Stephanie Koch Kommissar Laval Die Stunde der Artisten Gelesen von Gilles Caroli Dienstag, 6. Juni Düsseldorfer Tageskurier Unfall auf dem Marktplatz am Rathaus Seiltänzerin überlebt Werbegag schwer verletzt Eine Werbeaktion der Krankenkasse EEK auf dem Düsseldorfer Marktplatz endete gestern Nachmittag tragisch die junge Akrobatin Susa Bertini wurde schwer verletzt, als sie ungesichert von einem Hochseil fiel. Die Akrobatin des berühmten italienischen Zirkus Bertini zeigte auf einem Hochseil, das über dem Marktplatz gespannt war, ihre Show mit waghalsigen Sprüngen. Hunderte Zuschauer beobachteten die Nummer. Am Ende der Vorführung löste die Akrobatin die Sicherung und tänzelte Richtung Rathaus. Ein Flugzeug, das die Aktion mit dem Slogan Wer bei uns versichert ist, braucht weder Netz noch doppelten Boden, Unterstützen sollte, näherte sich der Akrobatin dabei im Tiefflug. Susa Bertini wurde durch einen thermischen Luftstrom vom Seil in die Höhe gezogen. Kaum löste sich der Sog, stürzte die Künstlerin knapp 20 Meter in die Tiefe. Den Sturz überlebte sie schwer verletzt. Zurzeit wird sie im Marienkrankenhaus behandelt. Die Stadt Düsseldorf erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, dass sie nicht für den Unfall verantwortlich sei und verwies auf die EEK. Die Krankenversicherung habe sich vor der Werbeaktion verpflichtet, die nötigen Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die von der EEK beauftragte Eventagentur war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen. Freitag, 16. Juni. Henri Laval bog gut gelaunt mit seinem Fahrrad auf den Parkplatz des Polizeipräsidiums am Fürstenwall ein. Er und sein Team hatten gestern einen kniffligen Fall gelöst und ein erfreuliches Wochenende lag vor ihm. Ann Stahl, seit knapp einem Jahr seine Freundin, eine knallharte Geschäftsfrau und der unabhängigste Mensch, den Laval kannte, hatte sich endlich bereit erklärt, das Wochenende mit ihm und seinen vier Kindern zu verbringen. Seit er von seiner Frau getrennt lebte, und schließlich mit Anne zusammengekommen war, arbeitete Henri daran, seine eigenwilligen Töchter und die fast kinderfeindliche Anne zusammenzubringen. Doch das war schwieriger als viele Mordfälle. Er wusste, dass seine Töchter neugierig waren auf die Frau, die so ganz anders war als ihre Mutter Lisa. Ans Hinhaltetechnik erlebten sie allerdings als Zurückweisung. Doch wie bei seinen Ermittlungen gab Laval nicht auf, bis es eine Lösung gab. Diesmal war ein Abend im Apollo Varieté geplant. Das war ein Ort, den alle mochten. Man war abgelenkt und konnte sich in Ruhe näher kommen. Walter, sein langjähriger Freund und technischer Leiter des Apollo, hatte ihm einen Tisch mit sechs Plätzen besorgt, was nicht leicht gewesen war. Vor zehn Tagen hatte es auf dem Burgplatz einen Unfall mit einer jungen Seiltänzerin gegeben. Der Vorfall war so intensiv durch die Presse gegangen, dass er eine unbezahlbare Werbekampagne für das Varieté geworden war. Ein Besuch versprach nicht nur Staunen, sondern nun auch Grauen. Seitdem war das Apollo selbst an Wochentagen und trotz der momentan laufenden Fußball Weltmeisterschaft ausverkauft. Hallo Zack, wie geht's Ihnen heute Morgen? Die Sekretärin, die längst in den Ruhestand gehörte, verzog den Mund, steckte ihren Stift in den blondierten Haarturm und klopfte mit ihrem Zeigefinger auf das Titelblatt des Tageskuriers. Dieser Antonio Nunez hat schon wieder eine High Society Lady abgelegt und offenbar sehr wütend gemacht. Antonio Nunes war nicht nur Leiter des Apollo-Varietés, sondern auch berühmt berüchtigt wegen seiner Frauengeschichten. Walter mochte ihn nicht, und dafür, das wusste Henri, gab es ganz sicher einen guten Grund. Henri nahm die Post und die üblichen Tageszeitungen von Zacks Schreibtisch, holte sich in der Küche einen Kaffee und ging in sein Büro, wo Alex schon auf ihn wartete. Als Henri kam, öffnete Alex das Fenster, da sein Chef und Freund garantiert gleich seine unvermeidliche Zigarette anzünden würde, und räusperte sich umständlich. Was ist los? fragte Henri nahm an seinem Schreibtisch Platz und rief mit einer routinierten Handbewegung die neuen E-Mails ab. Der Sekretär vom Polizeipräsidenten hat gerade auf deiner Leitung angerufen. Und? Wird unsere Abteilung eingestampft? Henri Laval machte sich darüber nicht wirklich Sorgen. Ihre Abteilung, spezialisiert auf Serienmord, bestand seit einigen Jahren, und die Erfolge gaben dieser Idee recht. Außerdem übernahmen sie, wie zum Beispiel vergangene Nacht, andere Mordfälle, mit nicht minder guten Ergebnissen. Nein, wir bekommen Verstärkung. Wie bitte? Henri blickte hoch und sah Alex, der in den Sommertag hinausstarrte, fragend an. »Dr. Pahls Ersatz. Henri rieb sich das unrasierte Kinn, schob mit den Händen seine Haare nach hinten und nahm schließlich ein knittriges Päckchen Zigaretten aus seiner Jacketttasche. Weiß man wer? Nein. Wir sollen uns um zehn Uhr zu einer Vorstellungsrunde im Konferenzraum bereithalten. Gut, tun wir das. Wissen alle Bescheid? Alex bejahte und ließ Henri allein, der zum Telefon griff und ans Büronummer in Berlin wählte. Herr Hauptkommissar, ausgeschlafen? Ihre Stimme klang heiser und müde. Sie hatte heute Morgen den ersten Flieger nach Berlin genommen und Henri freundlicherweise nicht geweckt. Er hörte, dass sie ein paar Papiere zur Seite schob. Bleibt es bei heute Abend? Prinzipiell ja. Du weißt, Henri, es kann immer etwas dazwischenkommen. Sicher ist es erst, wenn ich in Düsseldorf gelandet bin. Wir stecken mitten in einem großen Ankauf, und der Mitarbeiter, der heute Abend für den Kunden die Stadtführung übernehmen sollte, ist ausgefallen. Es kann also sein. Ich weiß, sagte Henri beherrscht. Ich habe vorher gewusst, dass du keinen Friseursalon in der Innenstadt hast, sondern im Vorstand eines Weltkonzerns sitzt. Gut gelernt. Ihr Lachen klang fröhlich und unbeschwert. Manchmal kam es Henri noch unwirklich vor, dass diese Frau, die Millionen hin und her schob, mit einigen Ministerpräsidenten perdu war, kaltblütig ganze Firmen zusammenstrich und manchmal im Fernsehen auftrat, tatsächlich seine Freundin war. Sie hatten über ein Jahr gebraucht, um ein Paar zu werden, und jetzt waren sie seit elf Monaten offiziell zusammen. In kaum einem dieser Monate hatte er an mehr als sechs Tage gesehen da sie in Berlin arbeitete. Zwar kam sie am Wochenende nach Düsseldorf, hatte sich aber lange geweigert, Zeit mit seinen Töchtern zu verbringen, wodurch jedes zweite Wochenende nur aus nächtlichen Telefonaten bestand. Henri runzelte die Stirn. Er wusste genau, dass jetzt, wenige Minuten vor ihrem ersten Termin, nicht der richtige Zeitpunkt war, um eine Diskussion darüber anzufangen, dass sie seine Kinder ignorierte. Wann weißt du genaueres? Ich schick dir eine SMS. Es klickte in der Leitung. Henri fragte sich, wie Anne es geschafft hatte, trotz ihrer überwiegenden Abwesenheit eine solche Präsenz in seinem Leben zu erreichen. Sie war anders als alle anderen Frauen, die er kannte, unerschrocken, selbstbewusst und mit einer manchmal feinen, manchmal bissigen Ironie ausgestattet. Eine Frau auf Augenhöhe, dachte Henri, die sich für ihn und nicht für seinen Gehaltsscheck begeistert hatte. Er kannte keine Frau, die trotz kurzer schwarzer Haare und Businessanzügen so erotisch wirkte. Henri wusste, dass Anne auch das bei Verhandlungen hemmungslos einsetzte. Sie brauchte keinen kurzen Rock oder tiefen Ausschnitt. Anne konnte einen derart intensiv ansehen, dass man alles andere vergaß. Henri grinste. Sie hatte auch ihn in einigen Diskussionen damit aus dem Konzept gebracht. Alex, der Familienmensch hingegen, verabscheute an Stahl und wartete darauf, dass sie Henri ablegte, wie so viele Männer vor ihm. Doch Henri war fest entschlossen, es dazu nicht kommen zu lassen. Hallo. Bernd kam lächelnd um die Ecke und flätzte sich in einen der Bürostühle, die Henri's Schreibtisch gegenüber standen, und gähnte herzhaft. Hast du gehört? Wir bekommen einen neuen Oberindianer. Hm, brummte Henri. Er hatte gehofft, dass die Repräsentationsstelle der Abteilung Serienmord nach der Entlassung Dr. Paals, der der Korruption angeklagt worden war, unbesetzt bleiben würde, denn er fand sie schlichtweg überflüssig. Ich finde, wir könnten das Budget für diese Stelle sinnvoller nutzen, wenn ich diesen Unsinn höre Öffentlichkeitsarbeit. Wir verkaufen doch keine Tupperdosen. Eine verbesserte Datenbank wäre so viel wichtiger. Nimm es mit Humor, Chef. Jetzt wo Paul weg ist, hat womöglich ein Industrieadliger aus Düsseldorf Lust, die Kohle in unsere Taschen zu schieben. Und dann kriegen wir die Datenbank auch. Wieso schreibe ich eigentlich seitenweise Memos, dass diese Präsentationsstelle unserer Abteilung keinen Mehrwert hat? Liest das jemand? Rechnen der gute Präsident und seine Atlaten nicht mehr? Viele Schreiberlinge haben jahrelang für die Papierkörbe geschuftet. Henri grinste gequält knüllte ein Papier zusammen und warf es nach Bernd, der geschickt den Kopf einzog, so dass es zu Füßen des Kollegen Zorro landete, der gerade zur Tür hereinkam. Der Leiter der Spurensicherung kickte es hin und her und beförderte es schließlich mit einem gekonnten Tritt in den Papierkorb. Training mit meinen Söhnen, erklärte Zorro. Die Stimmung im Team war entspannt. Jeder von ihnen freute sich auf ein ruhiges Wochenende. Sophia Minokuglu stieg vor dem Polizeipräsidium aus dem Taxi. Sie löste das Gummi aus ihren dunklen Locken und reckte ihren Körper. Dann musterte sie das Gebäude, um ein Gefühl für ihren zukünftigen Arbeitsplatz zu bekommen. Sehen Sie die Situation wie ein neues Schulheft mit lauter leeren Seiten, die nur darauf warten, von Ihnen beschrieben zu werden, hatte ihr Therapeut gesagt. Das Angebot, eine sehr erfolgreiche Abteilung zu übernehmen, deren Glanz auf sie abfärben würde, war eine riesige Chance für sie. Allerdings musste Kommissar Henri Laval ohne Skandal, wie der Polizeipräsident ausdrücklich gesagt hatte, vorher seinen Platz freimachen. Sie hatten sich auf sexuelle Übergriffe geeinigt, weil damit die Sicherheit am größten war, dass Laval selbst die Sache unter der Decke würde halten wollen. Sophia hatte seine Akte genau studiert. Sie selbst hatte zwar einen Erpresser auf der Flucht verfehlt, trotz Scharfschützenausbildung, weil sie zu viel Alkohol im Blut gehabt hatte, aber Laval hatte etwas viel Schlimmeres getan. Er hatte letztes Jahr seinen eigenen Chef, Dr. Pahl, ins Gefängnis gebracht. Damit hatte er in den Augen vieler Kollegen ein Tabu verletzt. Was immer intern lief, war intern zu regeln und gehörte nicht an die Öffentlichkeit. Sophia lächelte. Denn genau das würde ihr den notwendigen Rückenwind geben. Keiner würde zu Laval halten. Sie schob zur Sicherheit noch ein Pfefferminz in den Mund und schritt mit gestrafften Schultern auf das kantige Gebäude zu. Als Henri und Alex kurz vor zehn den Konferenzraum betraten, stellte gerade eine junge Frau, die an der Bluse das Schild Praktikantin trug, Kaffee und Kekse auf die Tische. Henri zeigte auf den Blumenstrauß. Seit wann werden neue Mitarbeiter mit Keksen und Blumen geschmeidig gemacht? Zorro kam herein. Die Spurensicherung tippt auf weiblich. Lass diesen Kelch bitte an mir vorübergehen, murmelte Henri ungläubig. Dr. Annette Graf und Zack, die auffallend mürrisch war, kamen ebenfalls herein. Hinter ihnen der Riese Dr. Hans Franzen, Jurist im Team. Wollen wir heute Nachmittag ins Urige? das bierlokal in der düsseldorfer altstadt war ihr treffpunkt wenn sie etwas zu feiern oder außerhalb der mauern des präsidiums zu besprechen hatten bevor jemand antworten konnte stürmte im staccato schritt der polizeipräsident wie immer in einen dunklen anzug und aufdringliches rasierwasser gehüllt in den raum pomade verlieh seinen haaren einen unnatürlichen glanz und betonte sein glattes gesicht setzen sie sich »Wie wäre es mit einem Guten Morgen, lieber Herr Edler?« murmelte Henri. Er mochte diesen Mann nicht. Zudem war er überzeugt, dass Dr. Pahl nicht ohne Rückendeckung von oben mit dem Bieradel angebandelt hatte. Ein Kriminalfall im vergangenen Jahr hatte fatal geendet. Henri's älteste Tochter wäre fast umgebracht worden. Dr. Pahl und Bierbrauer Geldermann saßen im Gefängnis. Geldermanns Tochter war tot, der Sohn hatte Selbstmord begangen und die Mutter war seitdem in Behandlung. Und Dr. Pahl, dachte Henri, musste auf Anweisung von Edler gehandelt haben. Bernd erschien in der Tür, bremste ab, trat einen Schritt zurück und ließ einer dunkelhaarigen Frau den Vortritt. Der Polizeipräsident schnellte herum und ging mit ausgestreckten Händen auf sie zu. Sophia, wunderbar, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, besonders im Namen Ihres neuen Teams. Sophia Minokuglu ging zielstrebig an die Spitze der hufeisenförmig angeordneten Tische, und stellte ihre Aktentasche auf dem Boden ab. Henri's Stimme zerschnitt die entstandene Stille. Darf ich etwas korrigieren? Äh, wir sind nicht Ihr Team, sondern die Abteilung, die Sie nach außen repräsentieren. Soweit ich weiß, ist Ihre Stelle eine Stabsfunktion und das Team ist Ihnen weder fachlich noch disziplinarisch unterstellt. Ihre fast schwarzen Augen blitzten auf. Guten Morgen, Herr Laval. Nehmen Sie Platz. Bedienen Sie sich mit Kaffee und Keksen und hören Sie aufmerksam zu. Ihr Blick glitt langsam durch die Runde. Touché, sagte Bernd leise. Sophia Minokuglu kommt aus Frankfurt und hat dort beim LKA gearbeitet, erläuterte der Polizeipräsident. Per Beamer wurde das neue Organigramm überlebensgroß auf die Wand geworfen. Zack kritzelte wütend auf einem Stück Papier herum. Henri wusste warum. Er hatte sich geweigert, diese Stelle zu übernehmen, denn der Präsident hatte ihm zugesichert, nach dem Desaster mit Dr. Pahl diese Stelle in eine Stabsfunktion umzuwandeln, welche für Henri uninteressant war. Ganz offensichtlich war die Umwandlung nicht geschehen. Edler hatte ihn belogen. »Damit ist Sophia Minokuglu meine neue Chefin«, dachte Henri gallig. »Würden Sie mir bitte das Team vorstellen, Herr Laval? »Die sind alle schon groß und tun das in der Regel selbst.« Gräfin, fängst du bitte an. Dr. Annette Graf, ich leite die Gerichtsmedizin und berate das Team als Psychologin, seit zehn Jahren bei der Polizei und das dritte Jahr in Henris Team. Alles weitere Zeugnisse Werdegang entnehmen Sie bitte meiner Personalakte. Luisa Zackmann, ich unterstütze das gesamte Team um Henri. Zack kritzelte dabei weiter und würdigte Frau Minokuglu keines Blickes. Zoran Ullmann, Spurensicherung, Kriminaltechnik, seit sieben Jahren in Henrys Team. Bernd Albrecht, staatlich bezahlter Hacker, seit sieben Jahren in Henrys Team. Alexanders Fahndung. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich für Henri arbeite. Dr. Hans Franzen, ich gehöre nur virtuell zum Team und bin für die juristischen Belange zuständig. Schweigen breitete sich aus. Sophia Minokuglu verschränkte ihre Finger, stand auf, ließ die Gelenke geräuschvoll knacken und fixierte jeden Einzelnen. Ihr war nicht entgangen, dass bei allen viel Stolz mitschwang, in Henri Laval's Team zu sein. Okay. Ich bin 35 Jahre alt. Die letzten fünf Jahre habe ich beim LKA Hessen verbracht. Leitung Soko 7, Entführungen. Davor, und deshalb habe ich mich auf diese Stelle beworben, habe ich zwei Jahre mit amerikanischen Kollegen in San Quentin im Todestrakt gearbeitet und habe Befragungen von Serientätern durchgeführt. Und bevor Sie es über die üblichen Tratschereien erfahren, der Herr Polizeipräsident sie hielt einen Moment inne, nickte Holger Edler zu und fuhr fort, ist ein guter Freund meines Vaters. Holger hat gleich eingesehen, dass er mich für diese Stelle nicht gewinnen kann, wenn ich mich komplett aus dem operativen Geschäft heraushalten soll. Sophia drehte sich mit einem Ruck zum Team und zupfte die Bluse, die ihre Oberweite hervorhob, ein wenig zurecht. Auf ihrem makellosen Teint schimmerten ein paar Schweißperlen. Henri beobachtete ihre leicht fahrigen Gesten, registrierte ein leichtes Zittern ihrer linken Hand und hatte das Gefühl, ihre Angst riechen zu können. Sie sind eine eingeschworene Truppe mit erfreulichen Erfolgsquoten, dennoch lässt sich immer etwas verbessern und das sieht am besten wer von außen kommt. Ich würde sagen, Never change a winning team, flüsterte Bernd Henri zu. Sophia bändigte ihre dicken schwarzen Locken mit einem Gummiband, bevor sie weitersprach und ihre Auffassung von guter Zusammenarbeit darlegte. Sie erwarte mehr Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen und strebe eine stärkere Konzentration auf die Schwerpunkte an. Um das zu erreichen, führen wir, der Präsident und ich, ein paar Änderungen ein. Sie, Luisa Zackmann, berichten fortan an mich. Stichwort Eigenverantwortlichkeit. Das Team wird ab sofort den größeren Teil der Administration selbst übernehmen. Henri begriff, dass Zack heute Morgen mehr als einen Grund hatte, grantlich zu sein, und warf ihr einen mitfühlenden Blick zu. Über alle Teambesprechungen möchte ich informiert werden, und zwar umgehend. Frau Zackmann, ich möchte innerhalb der nächsten Woche mit jedem der hier Anwesenden ein Personalgespräch führen. Organisieren Sie das bitte und Sie wurde unterbrochen, weil Henrys Handy einen Hahnenschrei von sich gab, das Signal für die Ankunft einer SMS, wie alle im Team wussten. Bernd lachte als erster los und steckte alle, bis auf Sophia und den Präsidenten, an. Heute Abend wird nix. Kuss an. Las Henri und seine Laune verschlechterte sich noch einmal merklich. Außerdem möchte ich von jedem, fuhr Sophia fort, eine schriftliche Zusammenfassung, mit welchen Tätigkeiten Sie täglich beschäftigt sind und wie lange, damit ich Ihre Ressourcen zukünftig gezielter einsetzen kann. Vielen Dank, das wäre es für heute. Fragen? Ja, sagte Henri gefährlich leise. Sie sagten etwas von höherer Konzentration auf Schwerpunkte, von guter Zusammenarbeit und so weiter. Bisher haben Sie uns allen nur ein höheres Maß an administrativem Aufwand aufgeschwatzt, Sie sprechen von mehr Eigenverantwortlichkeit und wollen Listen wie von Dienstboten. Haben Sie auch vor, uns zu entlasten? Kurz, was bringt uns Ihre Mitarbeit? Sophia ging zwei Schritte auf ihn zu und nötigte ihn dadurch nach oben zu sehen. Henri, in solchen Techniken nicht minder trainiert, rutschte in aller Ruhe die erforderlichen zwei Meter mit dem Stuhl nach hinten. Ihr Team lebt wie der Staat im Staat, und Sie sind darin der König. Damit ist jetzt Schluss. Jeder gibt hier seine Zugehörigkeit in Henri Jahren an. Diese Strukturen werde ich zugunsten des Teams aufbrechen, um die Aufklärungsrate weiter zu verbessern. Und Sie, lieber Laval, sie zeigte in seine Richtung, werden wieder lernen, sich Anordnungen zu fügen. Punkt 1: Ab Montag findet sich jeder um 8 Uhr zum Dienst ein. Punkt 2. Ab sofort und damit meine ich ab genau diesem Moment, handelt es sich bei dieser Etage wie auf allen anderen Etagen auch um einen rauchfreien Bezirk. Die Süchtigen unter Ihnen begeben sich bitte auf den Hof. Vergessen Sie nicht, das Rauchen von Ihrer Arbeitszeit abzuziehen. Punkt 3 Sollte ich Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz antreffen, will ich, dass Frau Zackmann jederzeit weiß, wo Sie sich aufhalten. Den Rest klären wir in den persönlichen Gesprächen, die Sie, Frau Zackmann, bitte mit oberster Priorität organisieren. Danke. Sie können gehen. Sophia Minokuglu wuchtete ihre Aktentasche auf den Tisch und verstaute ihre Notizen, während sich das Team um Henri Laval mit mürrischen Gesichtern auf den Gang schob. Henri warf seine Bürotür so schwungvoll zu, dass keiner, nicht einmal sein Freund Alex, ihm folgte. Er schleuderte seine Unterlagen auf den Schreibtisch, traf die Kaffeetasse, die wie in Zeitlupe kippte und die hellbraune Flüssigkeit freigab. Er ignorierte das, stellte sich ans Fenster und rieb mit den Handballen seine Schläfen. Irgendetwas stimmte nicht mit dieser Sophia. Das spürte Henri mit seinem urtrüglichen Instinkt für Menschen genau. Die überzogene Betonung ihrer Weiblichkeit, das provokante zur Schaustellen ihres Busens. Im krassen Gegensatz dazu standen die antrainierten Dominanzgesten und Körperhaltungen, die auf Henri wirkten, wie eine Maske, ein Kostüm, das sie anzog, obwohl es ihr nicht passte. Sie war nicht echt. Mechanisch glitt seine Hand zur Jackettasche. Er nahm die Zigaretten heraus und ein Taschentuch, mit dem er den Kaffee aufwischte. Daran wird er eine Weile zu knabbern haben, sagte die Gräfin mitleidig und setzte sich auf die Schreibtischecke in Zacks kleinem Büro. Zorro, Bernd und Alex lungerten unschlüssig herum. Sie ist unsicher und wirkt irgendwie verletzt, fuhr die Gräfin fort. Bernd und Zorro starrten sie ungläubig an. Sie hatten an Sophias Auftritt keine Unsicherheit bemerken können. Niemandem war aufgefallen, dass Zack in aller Ruhe ihren Schreibtisch von allen persönlichen Dingen befreit und diese in eine große Tasche gestopft hatte. Sie stand auf, stellte das Telefon auf die Hauptzentrale um, zog ihren Mantel an, nahm die Bleistifte aus ihrem Haarturm und einen Umschlag aus der obersten Schublade. Jetzt ist Schluss, ihr Lieben. Hier, Annette. Sie reichte der Gräfin den Umschlag. Würdest du bitte meine Kündigung bei Sophia Minokuglu abgeben? Macht nicht so lange Gesichter, meine Pensionierung ist längst überfällig. Sie schaltete ihren Computer ab und holte ein weiteres Papier aus der Schublade. Und das hier ist meine Krankmeldung, falls die Neue glaubt, ich müsste die Kündigungsfrist einhalten. Grüßt Henri, ich melde mich die Tage bei ihm. Perplex starrten sie Zack hinterher und ein Gefühl der Verlassenheit breitete sich bei ihnen aus. Ein Polizeialltag ohne Zack? Undenkbar. Sie alle kannten die Sekretärin, seit sie hier arbeiteten. Warte. Bernd lief hinter ihr her. Nein, lass gut sein, Junge. Irgendwann ist es soweit, und der Vorteil ist, dass ich ohne Reue gehen kann. Sag den anderen, ich komme weiterhin zum Stammtisch. Annette schob die Kündigung und die Krankmeldung in das Posteingangsfach von Sophia Minokuglu, das Zack noch angelegt hatte. Sie nahm die drei usambara veilchen von der Fensterbank und trug sie in ihr eigenes Büro, das seit diesem Jahr neben Henri's lag. Annette arbeitete gern mit ihm zusammen. Ihre Gedanken waren oft im Gleichtakt, und sie kannten sich so gut, dass sie sich auch wortlos verstanden. Letztes Jahr, nachdem Henri Laval sich von seiner Frau getrennt hatte, war ihr der Fehler unterlaufen, sich in ihn zu verlieben. Zum Glück hatte es nicht zum Ende ihrer Zusammenarbeit geführt. Annette lächelte. Durch die Wand hörte sie ihn laut reden und war sich sicher zu wissen, mit wem er telefonierte und worüber gestritten wurde. Super, An. Danke, dass du so unglaublich viel Verständnis für mich hast. Henri wusste nicht, worüber er wütender war, dass er auf Anns Prioritätenliste wieder einmal nach unten gerutscht war oder dass sie keinerlei Verständnis für seine neue Arbeitssituation zeigte. Gib ihr wenigstens hundert Tage. In der freien Wirtschaft und in der Politik bekommt die jeder zugestanden. Er hörte, wie sie jemandem halblaut ein paar Anweisungen gab. Es geht hier nicht um die hundert Tage, sondern darum, dass ich völlig unerwartet eine acht Jahre jüngere Frau zur Vorgesetzten bekommen habe, die nicht halb so viel Erfahrung hat wie ich. Woher weißt du das? Männliche Logik. In acht Jahren gibt es eine Menge zu lernen. Ich habe keinen Nerv auf eine jüngere und zudem weibliche Vorgesetzte. Diesen Umstand hast du mit einigen hundert Männern des Reuss-Konzerns gemeinsam, deren Vorgesetzte ich bin, sagte Ann angespannt. Ich schlage dir eine Gesprächsrunde oder besser gleich eine Selbsthilfegruppe vor, mein männliches Ego und meine weibliche Vorgesetzte. Ann. In deinem Job kann man bestimmt eine Menge mit Theorie aufholen. Bei uns zählt nur die Erfahrung, und die hat diese Frau nicht. San Quentin hin oder her, verstehst du das? Nein. Hör zu, Kommissar, ich muss mich jetzt für die anstehende Sitzung vorbereiten. Außerdem lässt Ihre überaus enge Verbindung mit dem Herrn Polizeipräsidenten vermuten, dass sie sich nach oben geschlafen hat. Du solltest an diesem Wochenende dringend und in aller Ruhe dein Frauenbild reflektieren. Im nächsten Moment hatte Ann aufgelegt. Sie war zwar die außergewöhnlichste und aufregendste Frau, die er je kennengelernt hatte, aber an Tagen wie diesem. Es klopfte und Henri brüllte: Raus! Doch als eine weiße Fahne durch die minimale Öffnung geschoben wurde, gab er klein bei. Annette, Bernd, Zorro, Alex und Hans Franzen schoben sich ins Zimmer. »Wir haben alle reichlich Überstunden und dachten, wir ziehen den Stammtisch heute mal vor. Kommst du mit?« Als Henri eilig seine Sachen zusammenpackte, fiel ihm nicht auf, dass sein kleines schwarzes Notizbuch, ein Geschenk von Ann, auf dem Schreibtisch liegen blieb. Sophia Minokuglu stand neben dem Polizeipräsidenten am Fenster des dritten Stocks und beobachtete die Truppe auf dem Parkplatz unter ihnen. Bernd und Zorro gestikulierten wild. Laval machte eine wegwerfende Bewegung. Alexanders saß bereits im Auto, und Dr. Hans Franzen faltete sich gerade umständlich zusammen, um auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Lassen Sie Ihnen ein wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen, Sophia. Holger Edler schob einen Arm um ihre Taille. Laval hat nicht begriffen, welchen Vertrauensbruch er Dr. Paul gegenüber begangen hat. Laval kennt nur die Loyalität einem Verbrechen gegenüber aber er mag schöne frauen und das wird ihm eines tages das genick brechen haben wir uns da ganz klar verstanden sophia wandte sich aus dem griff des nach pomade und rasierwasser riechenden mannes und trat einen schritt vom fenster zurück sein team ist ihm treuer ergeben als sie es mir dargestellt haben sagte sie sie machen das luisa zackmann ist schon weg alexanders schicken wir für ein paar wochen auf eine fortbildung die er nicht ablehnen kann Dr. Annette Graf werden Sie auf Ihre weibliche Seite ziehen und der Rest wird sich finden. Ich verlasse mich auf Ihre weiblichen Reize und Ihr Geschick. Können wir? Er streckte seine Hand nach ihr aus, die sie übersah. Wir fahren in den Hafen. Dort ist Roberts Bistro, das Lieblingsrestaurant unseres Kommissars, wo Sie ihn regelmäßig finden können. Meine liebe Frau hat Ihnen ein Polizeiappartement hier am Fürstenwall so nett gemacht wie möglich und Sie haben es nicht weit zur Arbeit. Sie hatten den Aufzug erreicht, und Sophia zwang sich, tief zu atmen. Sie hasste Aufzüge. »Heute Abend essen wir mit dem Stadtrat und dem Innenminister. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Interconti auf der Königsallee. Sie haben passende Garderobe?« »Sicher«, sagte sie unwillig und trat hinter Holger Edler in den Aufzug. Ihre Hände verkrampften sich, als sich die Tür mit einem Schmatzen schloss. »Morgen früh hole ich sie ab, und wir spielen Golf auf der Lauswart.« Samstagabend führen meine Frau und ich sie aus ins Apollo-Varieté. So lernen sie einen weiteren Lieblingsort von Laval kennen. Es ist wie auf der Jagd. Sie müssen zunächst lernen, wie ein Tier sich verhält. Sophia atmete erleichtert aus, als die Türen sich endlich öffneten und rieb die weißen Stellen an ihren Handknöcheln. Holger Edler hielt ihr die Autotür auf. Als er selbst Platz nahm und umständlich den Sicherheitsgurt unter seinen Bauchansatz schob, damit es nicht so spannte, sagte er Ich teile übrigens Lavalls Vorliebe für Roberts Bistro. Es gibt dort so wunderbare Sachen wie gebratenes Bries, Entenkaumägen oder Innereienwurst. Er rieb sich in Vorfreude die Hände und nahm nicht wahr, daß Sophia eine Hand auf ihren Bauch drückte, in der Hoffnung, die aufkeimende Übelkeit unterdrücken zu können. Trotz des Nieselregens öffnete sie das Beifahrerfenster komplett. Na nu, Frischluftfanatikerin, ist Ihnen nicht gut? Ich bin heute Morgen um fünf in Frankfurt in den Zug gestiegen, um pünktlich hier zu sein, und habe vergessen, etwas zu essen. Geht gleich vorbei, keine Sorge. Sie tastete vorsichtig nach der kleinen Flasche in ihrer Jackentasche und atmete tief ein und aus, um der Übelkeit Herr zu werden. Henri hatte sich nach dem Besuch in der Altstadt auf sein Sofa gelegt. Poseidon, der Straßenkater, hatte den Platz nur nach Bestechung mit seinem Lieblingsfutter freigemacht. Henri wachte erst auf, als er seine Töchter hörte, die die Treppe heraufkamen und dabei laut mit Henriette palaverten. Er und Henriette waren eine seltsame Hausgemeinschaft, denn sie war die Mutter seiner Exfrau Lisa, Seit der Trennung lebte Henri bei ihr in der ersten Etage des Patrizierhauses, unweit von seinem Lieblingsmarkt auf dem Karlsplatz, der mit seiner Üppigkeit und Schönheit jederzeit geeignet war, Henris Laune zu verbessern. Zudem genoss er die Gesellschaft der unkonventionellen Henriette und wusste heute manchmal nicht mehr, wie er das zwar perfekt organisierte, aber lieblose Familienleben mit Lisa so lange hatte aushalten können. Hätte ich früher begriffen, dachte Henri manchmal, wie schlimm die nach außen intakte Familie mit ihrer Gefühlskälte im Inneren die Kinder quält, wäre ich viel früher gegangen. Denn sein Befreiungsschlag war auch ein Befreiungsschlag für seine vier Töchter geworden. Alberta, die jüngste, flog als erste zur Tür herein. Guck mal, Papa. Oma hat uns für heute Abend eingekleidet, damit wir genauso schick sind wie deine Freundin. Sie waren neun, elf, fünfzehn und siebzehn und strahlten um die Wette. Denn sie hatten sich gemeinsam mit irgendeinem Goldstaub überschüttet. Die jungen Männer heute Abend werden gar nicht wissen, ob sie lieber auf die Bühne starren oder sich die Hälse nach euch verrenken sollen. Er küsste eine nach der anderen, während Henriette sich am Heer zu schaffen machte. Den Raum durchzog ein Duft nach frischem Kaffee und herbem Kakao. Wo kommen die Kleider her? fragte Henri, der argwöhnte, dass seine Exspiegermutter tief in ihren Geldbeutel gegriffen hatte. Alles Tücher von Oma, die sie geschickt mit Sicherheitsnadeln an unserer Unterwäsche festgemacht hat, sagte Alberta stolz. Die Jüngste sah ihm mit ihren strahlend blauen Augen und dunklen Locken am ähnlichsten und war mit ihrer draufgängerischen Art seine Lieblingstochter. Stimmt das? fragte er Henriette. Die lächelte ihn verschmitzt an. Ich helfe nach der Vorstellung, die Mädels auszupacken. Apropos Vorstellung, es gibt eine schlechte Nachricht. Oh nein, sag nicht, du musst arbeiten, maulte Patricia und leckte sich Sahne von den Fingern. Das nicht. Anne ist in Berlin aufgehalten worden. Ist ja eher eine gute Nachricht, bemerkte seine älteste Tochter Christa. Da war sie, die Wut über die Zurückweisung. Trotzdem ärgerte es ihn und er antwortete: Danke für mich nicht. Besann sich dann aber und fügte hinzu. Walter wird den Platz an unserem Tisch übernehmen. Das besänftigte die Töchter, denn sie liebten Walter, den sie von klein auf kannten. Gut, und jetzt seht zu, dass ihr satt werdet. Ich hoffe, ihr könnt in euren Roben laufen, wir gehen nämlich zu Fuß. Der Nieselregen vom Nachmittag hatte sich verabschiedet und einen lauen Sommerabend zurückgelassen. Eigentlich mochte Hauptkommissar Henri Lavalles nicht, zu dieser Jahreszeit lange vor Einbruch der Dunkelheit ins Kino oder Varieté zu gehen, denn es war kurz vor 20 Uhr und taghell. Die Rheinuferpromenade quoll über von Menschen, die sich schön gemacht hatten, und in die zahlreichen Etablissements der Altstadt und am Hafen strömten. Der Rhein hatte Niedrigwasser, und gegenüber der breiten Rheinpromenade am Oberkasseler Ufer war die Wiese mit picknickenden Menschen belegt. Manche standen bis zur Hüfte im Wasser und ahnten nicht, wie gefährlich das war. Gerade bei Niedrigwasser war der Sog der vorbeifahrenden Schiffe immens und konnte auch einen Erwachsenen unter Wasser ziehen. Hochbeladene Containerschiffe drängten im Rheinknie dicht aneinander vorbei. Trotz blauen Himmels blieb die Farbe des Flusses gräulich braun. Mit einem gewissen Stolz Bemerkte Henri, dass seine Töchter bunt wie Paradiesvögel für Aufsehen sorgten. Der trapezförmige Glasbau des Varietés benutzt die Brücke als schützendes Dach, grenzt an den Rhein und wirkt leicht, weil man von drei Seiten hindurchsehen kann. Es war Henri's Lieblingsplatz zum Nachdenken, entweder im Dunkel des Parketts, wenn auf der Bühne die Artisten die Zuschauer fesselten, oder im Restaurant mit freiem Blick auf den Fluss. Hier fand er die Ruhe, um seine Gedanken zu sortieren. Und dieser Ort vermittelte ihm das sichere Gefühl, dass es noch etwas anderes als Serienmörder und kriminelle Machenschaften gab. Henri hatte freien Eintritt, wann immer er kam, dank Walter. Manchmal ging er nur eine halbe Stunde in eine Vorstellung, um abzuschalten, seinen Kopf zum Schweigen zu bringen. Walter führte ihn dann schweigend zu irgendeinem freien Tisch und ließ ihn allein. Mittlerweile hatten sie den Vorplatz unter den Brückenpfeilern erreicht. Auf dem roten Teppich zum Eingang hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Obwohl es taghell war, brannten die Fackeln vor dem Apollo. Die innere Welt aus Rot und Gold, die weiß eingepackten Stehtische im Foyer, die in Samt gekleideten Livrierten, lockten in eine Zauberwelt, die Henri auch jetzt wieder gern betrat. Der Theaterleiter Antonio Núñez stand am Eingang und bedachte die ankommenden Gäste mindestens mit einem Lächeln, meistens mit ein paar persönlichen Worten. Der große schlanke Mann mit der Adlernase beherrschte die südländische Fähigkeit, jeder Frau, die durch die Tür trat, das Gefühl zu geben, sie sei die schönste, die er je gesehen hatte. Er begrüßte Henri mit den Worten, Wie erfreulich, Herr Laval, Sie heute bei uns zu haben und zudem mit diesen entzückenden jungen Mädchen. Sie werden gut auf sie acht geben müssen. Von Nunes charme getragen, rafften Oris Töchter ein wenig geziert ihre Kleider, um würdevoll die breite Marmortreppe zum Parkett hinunterzuschweben. Christa und Alberta selbstbewusst vorneweg, Laura und Patricia mit schüchtern zusammengezogenen Schultern hintendrein. Walter nahm sie in Empfang, führte sie zum Tisch und sparte nicht an überschäumenden Komplimenten. Kaum hatten sie den glitzernden Innenraum des Varietés betreten, ließ der Kommissar sich von der Atmosphäre gefangen nehmen. Hinter der Bühne war die Glasfront, die sonst den Blick auf den Rhein und die Promenade ermöglichte, mit schweren Vorhängen verhüllt. Und Henri vergaß das Tageslicht und blickte erleichtert in den blauen, glitzernden Sternenhimmel an der Decke. Walter fragte Henri's älteste Tochter Christa: Wie alt ist Antonio eigentlich? Zu alt für dich, mein Kind. Ich bin kein Kind mehr. Walter grinste. Wenn du es unbedingt wissen willst. Er ist neunundvierzig und die Frauen rennen ihm in Scharen hinterher. Er zeigt sich nur mit den schönsten, sagte Christa. Das habe ich heute im Tageskurier gelesen. So, so. Walter schmunzelte und zwirbelte seinen Bart. Und du meinst, du könntest dazugehören? Er rückte Christa den Stuhl zurecht. Der technische Leiter des Apollo mochte alle vier Töchter, doch zu der ältesten Christa hatte er ein besonderes Verhältnis. Ihr mutiger und mitunter kompromissloser Charakter, an dem sich Henri oft die Zähne ausbiss, hatte es ihm angetan. Christa wollte etwas erwidern, als der dritte Gong den Beginn der Show ankündigte und Walter die vier Mädchen mit einem strengen Blick zum Schweigen brachte. Es war die 64. Inszenierung des bekannten Regisseurs Bernhard Paul in diesem Varieté. Henri entspannte sich. Das Gefühl dauerte an, bis der Konferencier dieser Show, die den Titel Ein Gedicht trug, vor den Vorhang trat. Er hatte die gleiche bellende Unsicherheit, die Laval heute Morgen an Sophia Minokuglu seiner neuen Chefin so massiv gestört hatte. Henri versuchte zu begreifen, was bei der ersten Begegnung passiert war und vor allem warum. In den letzten zwölf Monaten hatten er und sein Team sauber gearbeitet, sich keine Extratouren herausgenommen, weil es nicht nötig gewesen war. Heute Nachmittag, als er mit den Kollegen in der Altstadt beim Stammtisch gewesen war, hatte er einen Moment überlegt, es wie Zack seine Sekretärin zu machen. Einfach kündigen. Ein reizvoller Gedanke. Andererseits hatte er in seinem Leben gelernt, dass es sinnvoll war, mindestens eine Nacht über solche Entscheidungen vergehen zu lassen. Plötzlich formierte sich in seinem Kopf ein Gedanke. Genau das war das Ziel. Er, Henri Laval, sollte ohne großes Aufsehen und vor allem auf eigenen Wunsch den Polizeidienst verlassen. Henri setzte sich so blitzartig auf, dass Walter ihn missbilligend ansah. Am liebsten hätte er an angerufen, besann sich jedoch eines besseren. Denn sie würde ihm nur wieder vorwerfen, er käme mit einer Frau als Vorgesetzter nicht klar. Der Computerfreak seines Teams Bernd war heute Abend verabredet und Kollege Alex war mit den Düsseldorfer Jonges unterwegs. Die Schlangenfrauen waren toll, rief Alberta in der Pause und klatschte in die Hände. Henri hatte der Show keine Aufmerksamkeit geschenkt. So sehr beschäftigten ihn die Ereignisse des Tages. Dürfen wir nach oben? fragte Christa. Nur, wenn ihr zusammenbleibt, sagte er im Bewusstsein dessen, dass Christa und Alberta sich gern von ihren Schwestern abseilten. Er wußte, wie sehr seine Töchter es genossen, ohne elterliche Aufsicht durch die glitzernde Welt des Theaters zu streifen, und da jeder hier sie kannte, hatte er keine Sorge. Walter begleitete die Mädchen, die sich gern mit ihm zeigten, nach oben, bestellte ihnen Getränke und ging zurück zu Henri, der ihm seinen Verdacht schilderte. Ich meine, wenn Sie mich letztes Jahr hinaus manövriert hätten, wäre das jedem aufgefallen. Heute hat Kommissar Laval ein erfolgreiches Jahr hinter sich, kommt mit den internen Umstrukturierungen nicht zurecht und nimmt seinen Hut. Henri ließ einen Moment die schwarzrote Flüssigkeit in seinem Weinglas kreisen. Walter, ich bin mir ganz sicher, dass es so ist. Die Frage ist nur, warum jetzt? Ich tue niemandem etwas, ich komme keinem zu nah. Er trank erst langsam, schließlich leerte er sein Glas. Na ja. Walter prüfte mit einem Blick die Nachbartische, ob jemand sie belauschte. Wenn deine Theorie stimmt, dass Paul nur ein Handlanger war, gibt es in eurem Laden ein paar Vögel, edler gehört sich ja auch dazu, die besser schlafen, wenn du weg bist und die mussten erst Gras über die Sache wachsen lassen und die Füße so lange stillhalten. Dr. Pahl hatte bis zum Schluss darauf bestanden, dass er allein gehandelt hatte, ohne Mitwisser und ohne Anweisungen vom Polizeipräsidenten oder gar aus der Staatskanzlei. Henri Laval hatte ihm nicht geglaubt, konnte aber keine Verbindungen nachweisen. Er goss sich Rotwein nach. »Ja, und im Moment scharren diese Füße, ich kann es förmlich hören.« der Gong verkündete das Ende der Pause und Henris Töchter kamen mit lässigem Hüftschwung zurück an den Tisch. Dem Kommissar graute vor dem Tag, an dem die erste ihm einen Freund präsentieren würde. Christa war siebzehn. Das würde nicht mehr lange dauern. Gott bewahre, dass es ein Antonio Nunes ist, dachte er. Der Conferencier trat auf die Bühne und zeigte ein paar Zaubertricks. Henris Gedanken verließen erneut die Artisten auf der Bühne. Er dachte an an, und fragte sich, ob sie eines Tages bereit sein würde zu akzeptieren, dass seine Töchter zu seinem Alltag gehörten, dass sie ein Anrecht auf ihren Vater hatten. Durch Anns Arbeit in Berlin hatten sie ohnehin kaum Zeit zu zweit. An den Wochenenden, an denen er seine Töchter bei sich hatte, redete sie sich hartnäckig heraus. Zu müde, zu viel zu tun, andere Termine. Wo steckte sie jetzt? mit wichtigen Geschäftspartnern auf dem Kuhdamm unterwegs. »Wenn du mir meine Freiheit nicht lässt, funktioniert es nicht,« hatte sie ihn vor einigen Monaten gewarnt. Er liebte sie, aber manchmal machte ihre Unabhängigkeit ihm auch Angst. Der Abendspielleiter trat lautlos an ihren Tisch, flüsterte Walter etwas ins Ohr, woraufhin dieser sofort aufstand und Henri andeutete, mitzukommen. Komiker Amer betrat zum zweiten Mal die Bühne, und führte seine Show fort. Walter sprang die kleine Wendeltreppe im hinteren Teil des Theaters hoch und verschwand hinter der Glastür, wo die Büros lagen. Henri's Kopfhaut kribbelte, ein klares Zeichen, dass etwas passiert war. Walter war bereits im Büro des Theaterleiters, als Henri über den Gang rief: "Nein, nicht, nichts anfassen." Walter kam rückwärts aus dem Büro heraus. Henri trat neben ihn. Der saure Geruch von Erbrochenem schlug ihnen entgegen. Antonio Nunes lag in einer seltsam gekrümmten Haltung auf dem Boden, halb unter seinem Schreibtisch. Henri ging zu ihm, fasste an seinen Hals und holte gleichzeitig sein Handy aus der Jackettasche, alarmierte die Notstelle und rief danach die Gräfin und Zorro an. Meinst du, es ist Mord? fragte Walter mit großen Augen und Staunen in der Stimme. Nein, auf den ersten Blick nicht. Es sieht aus, als sei er an seinem Erbrochenen erstickt. Das müssen wir allerdings prüfen. Henri richtete sich auf und fuhr sich durch die schwarzen Haare. Was hatte Nunez wohl noch für Pläne gehabt für heute Abend, für morgen, für nächste Woche? Wer wartete auf ihn jetzt und wer hatte eine Verabredung mit ihm für nächste Woche, die nicht mehr stattfinden würde? So schnell wird der Mensch zur Erinnerung. Ich bin mir sicher, dass es an Erinnerungen nicht mangeln wird sagte Walter verächtlich. »So viele Frauen, wie der flachgelegt hat. Allein in den letzten zwei Jahren, die er bei uns war. Obwohl, wer weiß, die eine oder andere ist ja vermutlich froh, ihn unter der Erde zu wissen. Tut dir der gar nicht leid?« »Nee, Henri, ganz ehrlich, kein bisschen.« Laval prüfte, ob er im Büro etwas Verdächtiges entdecken konnte. Neben dem säuerlichen Geruch gab es einen zweiten, fein und zugleich aufdringlich. »Riechst du das, Walter?« hier ist so ein diffuser Geruch, süß, verbrannt und ein wenig modrig. Neben der Suppe, die da auf dem Boden liegt, rieche ich nix. Was ist zu tun? Henri's Kopf dröhnte. Er musste schnell entscheiden. War es Mord? So konnte es jeder, der ungefähr 500 Gäste gewesen sein, die im Theater saßen. Andererseits gab es immer einige Kandidaten, die früher gingen. Niemand würde ihm genehmigen, von all diesen Menschen die Personalien oder die Fingerabdrücke aufzunehmen. Er lehnte seine Stirn an die Glasfront und starrte auf den Rhein, die Menschen auf der Promenade, bunte Fahnen. Das war das Leben. Dann drehte er sich zu Walter um und fragte: Wer hat Zutritt zu den Büroräumen? Tagsüber jeder, du musst dich aber anmelden. Walter zwirbelte nervös durch seinen Bart. Abends sind die Glastüren verschlossen. Das Personal hat Schlüssel. Die Artisten müssen klingeln. Henri zündete sich eine Zigarette an und fixierte wieder durch die Glasfront die untere Uferpromenade. Vielleicht hatte dort unten jemand gesehen, was hier oben passiert war. Nein, überlegte er dann, es war immer noch hell, und die Glasfront, das wusste er selbst, reflektierte zu stark, um einen Menschen erkennbar sein zu lassen. Der Applaus aus dem Theater brandete zu ihnen hinauf, und Henri warf einen Blick auf die Uhr. In fünfzehn Minuten würde die Vorstellung zu Ende sein. Walter, sagte Henri fragend. Sein Freund kannte ihn lange genug und erwiderte. Kein Problem, Henri, ich bringe die Mädels nach Hause. Ist Henriette da? Henri nickte. Ja. Ah, da kommt Zorro. Seine widerspenstigen, schwarzen Haare verrieten, dass der Leiter der Spurensicherung entweder geschlafen oder auf dem Sofa gelegen hatte. Ehe, wenn du mit rein willst. Zorro reichte Henri einen Plastikanzug und Überschuhe. Mord? Weiß ich nicht. Mensch, Chef, du hast Nerven. Willst du der schönen Griechen deinen Kopf auf dem Silbertablett servieren? Henri hüpfte ein wenig hin und her, um in das zweite Bein des Overalls zu gelangen. Wieso? Dr. Annette Graf tauchte hinter Henri auf. Weil du dir genau in diesem Moment eine Dienstaufsichtsbeschwerde einhandelst. Du hättest über die Notdienststelle die diensthabenden Kollegen anfordern müssen. Klar, sagte Henri verärgert. Damit diese Anfänger, die zu Wochenendnachtschichten verdonnert werden, mir hier den Tatort zertrampeln, von dem du nicht weißt, ob es ein Tatort ist, murmelte Zorro, stülpte seine Kapuze über und betrat vorsichtig Antonio Nunies Büro. Ruf Sophia wenigstens an und informiere sie. Sophia minokuglu spielte verhalten mit ihrem Digestiv. Sie hatte das Glas Champagner am Anfang des üppigen Menüs stehen lassen und während des Essens war niemandem aufgefallen, dass sie auch ihr Glas mit Weißwein nicht angerührt hatte. Für Sophia waren diese Situationen ein Tanz mit ihren inneren Teufeln. Selbst der kleinste Schluck Wein in der Bratensoße oder der Schnaps im Obstsalat reichen aus, um einen Rückfall zu provozieren, hatte ihr Therapeut sie eindringlich gewarnt. Sie hatte schon während der Therapie wieder angefangen zu trinken, aber gelernt es nicht mehr in der Öffentlichkeit zu tun. Die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren, war einfach zu groß. Sie behielt ihre Hände unter dem Tisch, um nicht zum Glas zu greifen. Das Restaurant war bis auf den letzten Platz belegt. Deshalb hatte Sophia, obwohl die Klimaanlage ausgezeichnet arbeitete, das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Zudem interessierten sie die diversen juristischen Monologe des Polizeipräsidenten oder des Stadtrats herzlich wenig. Ihr Abitur hatte nicht gereicht für die Juristenlaufbahn, und so hatte sie sich für den Polizeidienst entschieden, um auf ihre Weise die oberen Etagen zu erreichen. Einer ihrer Brüder nannte ihren Ehrgeiz krankhaft. Sophia meldete sich mit, ja bitte, als ihr Handy klingelte. Notdienststelle Düsseldorf, sprechen wir mit Frau Minokuglu? Ja, das bin ich. Kriminalhauptkommissar Laval hat uns gebeten, sie zu informieren. Im Apollo-Varieté ist der Theaterleiter tot aufgefunden worden. Sophia stand mit einem entschuldigenden Lächeln auf und ging hinüber in die offene Hotelhalle des Interconti, wo sie spürbar besser Luft bekam. Warum rufen Sie mich an? Gibt es in Düsseldorf keinen Bereitschaftsdienst? Könnten Sie das mit Herrn Laval klären? Er kannte ihre Mobilnummer nicht und bat uns auszuhelfen, was wir für ihn immer gern tun. Wissen Sie, wie Sie zum Apollo kommen? Danke, ich nehme ein Taxi. sagte Sophia, schob das Handy in ihre Handtasche und murmelte, dieser Laval handelt ja wirklich ziemlich eigenmächtig. Unvermittelt stand Holger Edler hinter ihr und hielt ihr den dünnen Sommermantel hin. Wie soll ich sagen? Sie bekommen gerade eine Kostprobe davon, wie unser guter Laval arbeitet, als gäbe es keine Dienstvorschriften. Ich wette, dass Sie mindestens das halbe Laval-Team dort antreffen. Er machte eine verächtliche Bewegung mit dem Kopf. Während unser Bereitschaftsdienst sich langweilt, rechnet jeder Einzelne aus Lavalls Team die nicht angeordneten Überstunden ab. Aber das alles reicht nicht, um ihn loszuwerden. Sie denken daran, was wir vereinbart haben. Sophia ließ sich in den Mantel helfen. Ich sollte also hinfahren? Insgeheim war sie dankbar, dem vollbesetzten Restaurant entfliehen zu können. Unbedingt. So können Sie sich ein Bild vor Ort machen. Wir sehen uns morgen. Ich hole Sie wie vereinbart zum Golfen ab. Der Polizeipräsident reichte ihr die Hand, drückte mit einer übertriebenen Geste der Vertraulichkeit ihren Arm und verschwand Richtung Restaurant, wo der amtierende Innenminister auf ihn wartete. Sophia rutschte tief in den Sitz des Taxis, zog die zierliche Flasche aus der Manteltasche, trank sie halb leer und entspannte sich. Gerade machte sich die Dämmerung auf, die Stadt in Dunkelheit zu hüllen. Nur vereinzelt flackerten Straßenlaternen auf. Sie kannte die Einkaufsstraßen vieler Städte. Berlin, München, Hamburg, Frankfurt. Die Königsallee jedoch, das offenbarte sich ihr sofort, war unter allen deutschen Einkaufsstraßen etwas ganz Besonderes. Hier waren sogar die Bettler und Verkäufer der Straßenmagazine besser gekleidet als anderswo. Da sie sich selbst als Fashion-Victim bezeichnete, war sie davon überzeugt, sich mit den Gepflogenheiten Düsseldorfs schnell anfreunden zu können. Die Straße, gesäumt von alten Kastanienbäumen, war ein einziges Glitzern all dessen, was gut und exklusiv ist. Der Kühlgraben mit seiner grünen Wasseroberfläche trennte die teuren Designergeschäfte von der traditionellen Bankenseite. Malerische Brücken verbanden die beiden reichen Seiten der Königsallee. Als sie unter der Rheinkniebrücke ankam, wunderte sie sich über die ungewöhnliche Idee, ein Varieté unter einer Brücke zu bauen. Die Fackeln neben dem dunkelroten Teppich brannten. Die ersten Gäste strömten gerade gut gelaunt in die sommerliche Nacht. Einige Menschen blieben abwartend stehen, denn Vertreter von Lokalpresse und Fernsehen standen in einer kleinen Traube abseits des Eingangs, den sie belauerten. Niemand erwartete sie, deshalb musste sie sich mühsam zu den Büroräumen durchfragen. Das erste, was Zorro, der gerade den Boden absuchte, von ihr bemerkte, waren die hochhackigen Schuhe, über die definitiv kein Plastikschutz gezogen worden war. Es folgten gewagte Netzstrümpfe bis zum Saum eines roten Kleides. Zorro mochte rassige Frauen und Sophia gehörte durchaus dazu. Trotzdem sagte er gepresst: "Dürfte ich Sie bitten, den Tatort sofort zu verlassen?" Sophia ging einen Schritt zurück auf den Gang. Henri folgte ihr, zog seine Kapuze ab und schälte sich aus dem weißen Plastikoverall. Er schwitzte Guten Abend. Tut mir leid, wenn wir Ihren Abend gestört haben. Sie handeln extrem eigenmächtig, Laval. Ihr Ruf ist Ihnen demnach nicht ungerechtfertigt vorausgeeilt. Das wird ein Nachspiel haben. Für Sie alle. Was mischen Sie sich in normale Todesfälle? Nun, meinte die Gräfin und räusperte sich. Meine ersten Ergebnisse sagen mir, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit kein normaler Todesfall ist. An seinem Erbrochenen ist der Mann nicht erstickt, sondern durch den stark angeschwollenen Kehlkopf. Seine verrenkten Glieder sprechen eindeutig von einem Todeskampf oder Todeskrampf. Sie schob ihre Brille in die kurzen schwarzen Haare, lächelte Sophia freundlich an und sagte zu ihrem Mitarbeiter Schaff ihn weg, ich komme später nach. Mit dem Routineprogramm kannst du schon anfangen. Sophia entging die Autorität der zierlichen Gerichtsmedizinerin nicht. Die ersten 48 Stunden sind die wichtigsten, fügte Henri ärgerlich hinzu. Mag ja sein, dass das nicht für Entführungen gilt, doch für Mordfälle immer. Das lernt man im ersten Jahr Polizeischule, fügte er im Stillen hinzu. Er zündete sich eine Zigarette an, deren Rauch Sophia einen Schritt zurücktreten ließ. Wer zahlt die Überstunden, wenn es ein einfacher Todesfall ist? Wer zahlt den Imageschaden, wenn wir zu spät gehandelt haben? konterte Henri. Walter tauchte hinter der Gräfin auf und hob den Daumen zum Zeichen, dass Henri's Töchter wohlbehalten bei ihrer Großmutter Henriette angekommen waren. Walter, gut, dass du da bist. Die Artisten müssen alle bleiben für eine erste Befragung. Henri, die sind hundemüde, die hatten heute zwei Shows und haben morgen wieder zwei. Weißt du, wie viel Kraft so etwas kostet? Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, sorry. Draußen wartet schon die Presse. Das wundert mich nicht, sagte Henri. Ich gehe gleich hinaus. Laval legte Wert auf ein gutes Verhältnis zur Presse, insbesondere zu den lokalen Fernsehsendern, die ihm gelegentlich durch gezielte Berichterstattung geholfen hatten, den Ermittlungen den notwendigen Schubs zu geben. Dafür erwarteten sie eine Gegenleistung, und mit dem Tages- und Nachtkurier hatte er einen Deal, der ihn jederzeit den Kopf kosten könnte. Zorro kam aus dem kleinen Büro und zog sich ebenfalls die Kapuze vom Kopf. Er zeigte auf das überall verteilte Fingerabdruckpulver. Auch wenn es frischere und weniger frische Abdrücke gibt, wimmelt es hier von so vielen, dass ich mit bloßem Auge bestimmt zwanzig verschiedene ausmachen kann. Viel Spaß beim Ermitteln. Er grinste Henri schräg an, der seine Anspielung auf Sophia verstand. Henri wandte sich an die Gerichtsmedizinerin. Wie ich dich kenne, machst du eine Nachtschicht. Ich komme später zu dir in die Gerichtsmedizin. Er drehte sich zu Sophia um. Kommen Sie mit? Sie zögerte und tastete nach dem Fläschchen mit den Nottropfen in ihrer Manteltasche. Es enthielt ein Schlafmittel, das eigentlich dafür gedacht gewesen war, sie sofort KO zu setzen, sollte sie einmal nahe Gefahr laufen, dem Alkohol nicht widerstehen zu können. Sie entschied schnell, dass vielleicht schon heute Abend eine gute Gelegenheit sei, Laval Schwierigkeiten zu machen. Lächelte und nickte ihm zu. Gut, gehen wir sagte sie betont freundlich und legte Henri ihre Hand auf den Arm. Als sie mit Walter die Wendeltreppe hinunterging, entschuldigte Henri sich kurz und lief zum Eingang, um den Journalisten eine ehrliche Information zu geben. Der Theaterleiter Antonio Nunes ist tot aufgefunden worden. Wir wissen überhaupt noch nicht, ob es ein Unfall, ein Selbstmord oder Mord war. Mehr kann ich euch im Moment nicht sagen. Melden Sie sich morgen oder besser noch am Sonntag. Laval zog die Glastür des Eingangs wieder zu und bat eine Kellnerin, die Tür abzuschließen. Dann sprang er die weißen Marmorstufen hinunter und betrat den ernüchternd hell erleuchteten Theatersaal. Die Artisten warteten umgezogen und mit müden Gesichtern an verschiedenen Tischen in Reihe drei und vier. Zwei Putzmänner reinigten mit langsamen Bewegungen die Bühne, um sie für den nächsten Tag zu präparieren. Zwischen ihnen sprang lachend der junge russische Artist Viktor Raminov herum und jonglierte mit waghalsiger Geschwindigkeit. Tempo jonglage. Der legt die Dinger nur aus der Hand, um zu schlafen, sagte Walter fachkundig. Er hat letztes Jahr beim Festival Mondial du Cirque de Demain in Paris gewonnen. Mit wem willst du anfangen? Sophia drehte sich verwundert nach Walter um, der sich mit einer Selbstverständlichkeit einmischte, die sie wissen ließ, dass das nicht das erste Mal so passierte. Edler hatte sie bereits auf diese Schwachstelle bei Laval hingewiesen und ihr gesagt, dass es bisher keinen Anlass gab, diese Freundschaft zwischen dem Mann mit der dunklen Vergangenheit und Laval gegen ihn zu verwenden. Bis jetzt nicht, dachte Sophia, und notierte den Punkt auf ihrer bereits angefangenen Minusliste für Hauptkommissar Henri Laval. Wollte sie ihre Karriere fortsetzen, musste Laval verschwinden. Ihr Akteneintrag gegen seine Kündigung. Das war das Geschäft zwischen ihr und Edler und zugleich ihre letzte Chance im Polizeidienst Karriere zu machen. Ihre Hände hinterließen Schweißspuren auf dem Seidenkleid. Verführen Sie ihn einfach, helfen Sie ein wenig nach und lassen Sie es als Vergewaltigung in die Akten eintragen, hatte Edler ihr zugeflüstert und sich die Hände gerieben. Übergriffe von männlichen Kollegen auf weibliche sind ja nicht so selten im Polizeidienst. Es dauerte über drei Stunden, bis sie in mühevoller Kleinarbeit die zwölf Artisten aus sieben Nationen nach ihren Aufenthaltsorten während der Pause und nach ihrem Verhältnis zum Theaterleiter befragt hatten. Besonders schwierig lief es mit der Truppe aus der Mongolei, die weder Englisch noch Französisch sprach. Walter hatte den Manager aus dem Bett geholt. Olga von den Cats war nach ihrem Auftritt ins Künstlerhaus gefahren. Henri hatte ihren Partner und Ehemann André hingeschickt, sie zu holen, aber der war ohne sie wiedergekommen. Olga liege mit hohem Fieber im Bett und sei nicht ansprechbar, erzählte ihr Mann und flüsterte Henri dann ins Ohr: Sie hat getrunken. André versuchte, das Wettzumachen, indem er sich bemühte, dem Kommissar so gut wie möglich zu helfen. Er war wie Olga sehr groß und kräftig und hatte die Blässe von Nordmenschen, die nur selten die Sonne sehen. Seine wasserblauen Augen bildeten kaum einen Kontrast zu seinem weißen Gesicht. Um halb zwei waren sie durch. Henri hatte gerade den Komiker Amer entlassen, der sich, nachdem er bemerkt hatte, dass Henri Franzose war, hartnäckig weigerte, Englisch zu sprechen. Und Henri nötigte, Sophia, die wiederum des Französischen nicht mächtig war, jeden einzelnen Satz zu übersetzen. Er mochte diesen verrückten Belgier auf Anhieb nicht, ebenso wenig wie den Konferencier Thomas. Irgendwie sind die zwei unsympathisch, sagte Henri genervt und zündete seine letzte Zigarette an. Es sind großartige Künstler. Ob die menschlich was taugen, ist nicht von Belang für unser Programm, klärte Walter ihn auf. Entschuldige, aber sag mal, er tippte mit dem Zeigefinger auf seine Notizen. Ist es normal, dass die alle Pausen zusammen verbringen? Angeblich war keiner allein in den zwanzig Minuten. Walter, der bisher gestanden hatte, setzte sich zu ihm und Sophia an den Tisch direkt vor der Bühne. Die Künstler treten seit sechs Wochen miteinander auf. Sie wohnen alle in unserem Künstlerhaus am Graf-Adolf-Platz. Sie arbeiten zusammen, verbringen ihre freien Tage gemeinsam. Ja. Es ist nach sechs Wochen Spielzeit normal, dass sie in den Pausen zusammenhocken. Die wachsen in so einer Zeit zu einer Familie zusammen, verstehst du? Das klingt sehr romantisch, sagte Sophia, während sie unter dem Tisch ihre Schuhe suchte, die sie zu Beginn der Befragungen ausgezogen hatte. Es ist weniger romantisch als notwendig für die menschliche Seele. So, ich gehe nach Hause. Henri, du weißt, wo du mich findest. Walter zwirbelte seinen Bart. Madame? Er verneigte sich kurz und ging. Wo wohnen Sie? erkundigte sich Henri. Sie fingerte einen Zettel aus ihrer kleinen Abendhandtasche. Ein kleines Apartment, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Fürstenwall. Kann das sein? Ja, wir haben dort einige Wohnungen für Kollegen, die nur für ein paar Wochen kommen. Das ist viel günstiger als die Hotels. Fast hätte sie laut gelacht. Glaubte dieser eitle Franzose tatsächlich, sie so schnell loszuwerden? Henri stand auf. Wenn Sie wollen, begleite ich Sie. Es ist nicht weit von hier. Kommen Sie. Ein wenig frische Luft tut meiner Raucherlunge gut. Samstag, 17. Juni. Als Sie vor das Apollo traten, wartete der Journalist vom Tages- und Nachtkurier immer noch dort. Wirklich nicht mehr zu sagen, Kommissar Laval? Nein, wirklich nicht. Morgen oder übermorgen. Gute Nacht. Sie gingen unter der Rheinkniebrücke hindurch Richtung Fürstenwall. Auf den frisch gemähten Wiesen, die den Rhein auch auf dieser Seite säumten, lagen vereinzelte Pärchen. Die feuchte, warme Luft legte sich klebrig auf ihre Gesichter. Immer wieder wischte Henri mit seinem Taschentuch über seine Stirn. Sind Sie immer noch freundlich mit den Ratten von der Presse? Henri seufzte. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, mit Menschen freundlich umzugehen und Respekt für deren Arbeit zu zeigen, aber er hatte keine Lust, dieser Frau das jetzt zu erklären. Sie spürte seinen Unwillen und sagte versöhnlich, »Tut mir leid, aber ich habe oft schlechte Erfahrungen mit der Journal hier gemacht.« Sie beobachtete ihn aus dem Augenwinkel. »Er sieht wirklich gut aus«, dachte sie und fragte sich, ob sie ihn würde verführen können. Es gab wenige Männer, die der widersprüchlichen Mischung ihrer Reize widerstehen konnten, aber kaum einer blieb, was ihr Gefühl verstärkt hatte, nichts wert zu sein. Haben Sie eine Familie? wechselte Henri versöhnlich das Thema. Er war müde und hatte keinerlei Energie mehr für Zwistigkeiten. Auf dem kurzen Stück zu Sophias Apartment erfuhr Henri fast alles über Sophias Brüder, die bei der Polizei in Wiesbaden arbeiteten, und ihre kleine Schwester Schätzchen nannten, von ihrem Vater, den sie über alles liebte und bewunderte, und der sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter allein großgezogen hatte. Als einzige Tochter hütet mein Vater mich wie seinen Augapfel, deshalb halte ich es in Wiesbaden nie lange aus, schloss Sophia und unterdrückte die Bitterkeit darüber, dass in Wahrheit seine Hunde ihn mehr interessierten als sie. Henri fragte sich, warum Sophia so ausgesucht freundlich und offen war. Doch er wollte sich nicht weiter den Kopf zerbrechen, sondern schaltete einfach ab, bis sie vor dem Haus waren. Hier ist es. Gute Nacht. Henri streckte seiner neuen Chefin die Hand hin, die sie nahm und festhielt. Bitte kommen Sie doch einen Moment mit hinauf. Ich bräuchte kurz Ihre Hilfe. Ich bekomme oben in der Wohnung den Haupthahn nicht aufgedreht und würde wirklich gern duschen. Es widersprach Henrys französischem Naturell, so eine Bitte abzuschlagen, also gab er sich einen Ruck und folgte ihr die Treppe hinauf. Henrys Kopf fühlte sich an, als ob ihm jemand Nägel in die Schädeldecke geschlagen hätte. Draußen war es taghell, kein Wunder, so kurz vor der Sommersonnenwende. Der Versuch, sich zu orientieren, scheiterte kläglich. Er tastete hinter sich, fühlte Sophias warmen Körper und wurde schlagartig hellwach. Henri erkannte das Polizeiappartement, den grauen Teppichboden, die Fensterfront und gegenüber vom Bett die Tür ins Bad. Mühsam erreichte er eine aufrechte Position. Er war nackt. Mit sparsamen Bewegungen hob er seine Kleidung vom Boden auf, zog sich mechanisch an, nahm seine Jacke und folgte dem schreienden Gedanken in seinem Kopf: Nichts wie raus hier. Er zog die Wohnungstür leise hinter sich zu. Hielt sich einen Moment am Treppengeländer fest und dachte: Verdammt! Gestern Morgen war meine Welt doch noch halbwegs in Ordnung. Bis dahin hatte ich nur Ans Absage und eine neue Chefin bekommen. Wenige Stunden später, sinnierte er weiter, hatte ich einen toten Theaterleiter und kurz darauf bin ich mit meiner neuen Chefin ins Bett gegangen. Als er die vier Etagen überwunden und endlich die Straße erreicht hatte, lehnte er an der angenehm kühlen Hauswand und strich sich die Haare aus dem verschwitzten Gesicht. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. Ein feiner Dunst lag über der Stadt, der vom Rhein kam. Hier und da hörte er das entfernte Gröhlen von versprengten Fußballfans. Die Stadt bereitete sich offenbar auf einen neuen Sommertag vor. Mühsam brachte Laval die wenigen Meter zum Präsidium hinter sich der weg erschien ihm unendlich lang endlich geschafft murmelte henri klingelte vehement am eingang zur gerichtsmedizin und stolperte der gräfin in die arme ihre kurzen haare waren strähnig ihr gesicht blass meine güte henri was ist mit dir passiert rief sie erschrocken über seine glasigen augen aus denen jedes blau verschwunden war dr. annette graf Darf ich vorstellen, Sie sehen gerade den größten Trottel vor sich, den die Düsseldorfer Polizei zu bieten hat. Die Details bitte. Nimm mir erst Blut ab. Und gegen einen starken Kaffee hätte ich auch nichts einzuwenden. Während sie ihm routiniert Blut abnahm, erzählte Henri, was passiert war. Besser, was er glaubte, das passiert war. Höflich wie ich bin, habe ich sie nach den Vernehmungen, es war drei Uhr durch, nach Hause gebracht, zum Fürstenwall. Sophia hat mich hinaufgebeten, weil ihr Haupthahn klemmte. Ich habe ihn aufgedreht, er saß wirklich fest. Ein Großteil ihres Gepäcks stand im Flur, und ich habe es für sie ins Schlafzimmer getragen. Als ich zurückkam, hatte Sophia zwei Cocktails gemixt und hat mir einen gereicht. An mehr erinnere ich mich nicht, nicht einmal an den Geschmack des Getränks. Seine Hände zitterten. Und vor einer halben Stunde bin ich nackt neben der ebenfalls nackten Sophia aufgewacht, die tief und fest schlief. Hast du mit ihr geschlafen? Ich weiß es nicht. Hm. Wenn du nicht weißt, ob Sex im Spiel war, müssen wir es herausfinden. Henri's Gesicht wurde noch grauer. Wie denn? Sollen wir zu ihr fahren, mit frischen Brötchen und fragen, ob sie Lust hat zu frühstücken, und ganz nebenbei, ob wir Sex hatten? Hast du Zigaretten hier? Annette Graf hatte immer ein Päckchen für ihn in Reserve. Sie kramte es aus einer Schublade hervor und warf es ihm zu. Während sie die Reagenzgläser mit seinem Blut, mit verschiedenen Aufklebern versah, sagte sie Ich rufe einen guten Freund von mir an. Der ist Urologe und soll einen Abstrich deines Hahnleiters machen. Warst du heute schon auf der Toilette? Henri schüttelte den Kopf. Gut, dann geh auch nicht hin, bevor Peter hier ist. Nach einer Auswaschung des Hahnleiters ist der Test nicht mehr so aussagekräftig. Wenn du in den letzten vier Stunden ejakuliert hast, Sollten ein paar deiner Millionen Spermien im Hahnleiter aufgehalten worden sein? Es bereitete ihm Unbehagen, wie sachlich die Gräfin das Thema behandelte. Er wartete, bis sie vom Telefonieren im Nebenraum zurück war. Annette reichte ihm einen Kaffee. Peter ist in zehn Minuten hier. Das Ergebnis deines Bluttests kann ich dir heute Mittag sagen. Henri folgte ihr in den Sektionsraum. Er mochte die sterile Ästhetik, die in der Gerichtsmedizin vorherrschend war. Hier war es zu jeder Zeit kühl. Nackt waren nicht nur die Leichen, sondern jeder Gegenstand. Jedes medizinische Gerät, jeder Schrank war für Henri auf das Wesentliche reduziert. Alles an diesem Ort, besonders die Gräfin und wie sie arbeitete, wurde von einer mathematischen Genauigkeit getrieben, die er beruhigend fand. Wo ist eigentlich deine Tochter, wenn du die ganze Nacht arbeitest? Annette winkte ab. Ihr Vater hat sie mit zwei Wochen New York bestochen, und seit zwei Tagen sind sie zusammen dort. Als er das wie schlafend wirkende Gesicht des gut aussehenden Theaterleiters studierte, fragte er sich, ob dieser Mann, den er kaum kannte, seine Geheimnisse mit in den Tod genommen hatte. Während seiner Laufbahn war es ihm oft so vorgekommen, als ob Leichen nur die ersten Tage zu einem sprachen, danach blieben ihre Mysterien für immer unerreichbar. »Was hast du getan, Antonio Nunez, dass irgendjemand überzeugt genug davon war, du wärst tot besser zu ertragen als lebendig?«, murmelte Henri. Den Mageninhalt brauchten wir nicht mehr zu untersuchen. Es war alles im Erbrochenen. neben Nudeln mit Tomatensauce und einer Menge Kaffee unter anderem ein Stück Schokoladenkuchen. Annette schritt würdevoll und mit einem für Henri seltsamen Ausdruck um den Leichnam herum. Seine verrenkten Gliedmaßen haben mich darauf gebracht und der geschwollene Kehlkopf. Herr Antonio Nunes war Allergiker. Erdnussallergie. Henri inhalierte tief den Zigarettenrauch, sein Kopf schmerzte. Du hast nichts von Erdnüssen in der Kotze gesagt. Richtig, es gab keine. Sie waren fein gemahlen in dem Schokoladenkuchen, tippe ich. Denn die Nudeln waren ziemlich verdaut. Die hat er gegen halb sieben gegessen. Wären die Allergene da drin gewesen? Hätte der Schock früher kommen müssen. Der Kuchen hingegen war fast wie neu. Annette Graf schob die Leiche in eine Kühlkammer, lehnte an der geschlossenen Tür und klärte Henri darüber auf, warum sie an einen Mord glaubte. Sie hatte keine antiallergischen Medikamente in Nunyes Blut nachweisen können, obwohl Zorro das Notfallset neben der Leiche gefunden hatte, allerdings unberührt. Es klingelte. Ein kleiner, rundlicher Mann mit Glatze betrat fröhlich den Raum. Annette, meine Prinzessin, wo ist der Schwanz, der nicht weiß, wo er heute Nacht war? Henri zuckte zusammen und sagte kleinlaut Hier. Peter drehte sich zu ihm um und sagte aufmunternd Machen Sie sich bitte frei. Ich gehe. Peter, danke für die Hilfe. Henri, ich melde mich, sobald ich ein paar Stunden Schlaf hinter mir habe. Wir sollten uns heute Mittag unbedingt zusammensetzen. Hat jemand die Frau benachrichtigt? Ja, ich habe Alex hingeschickt. Annette, wo willst du denn hin? »Henri, da du allein vögeln kannst, solltest dir auch keine Probleme bereiten, mit dem Doktor allein zu bleiben und zeugungsfähige Samen im Harnleiter zu suchen. Keine Angst.« Sie kniff die Lippen zusammen, denn in Wahrheit war sie wütend auf ihn, da er sich so leicht von Sophia hatte einwickeln lassen. Das passte nicht zu ihrem Bild von Henri Laval. »Atmen Sie bitte ganz entspannt. Ich werde Ihren Harnleiter ein wenig dehnen, normalerweise mache ich das mit Betäubung.« da Annette meinte, sie hätten möglicherweise eine Menge Zeug im Blut, lassen wir das besser. Und hopp, das war es. Er schob das Stäbchen in eine Plastiktüte. Sieht nicht vielversprechend aus. Oder da waren nicht viele Jungs unterwegs heute Nacht. Ich bin sterilisiert, sagte Henri kaum hörbar. Egal, antwortete Peter trocken und rieb sich über die Glatze. Ich nehme mal zur Sicherheit einen Abstrich Ihrer Haut, denn da sollte sich mindestens Scheidensekret finden, vorausgesetzt natürlich, es kam kein Kondom zum Einsatz. Ich fürchte, Ihr Lümmel ist diese Nacht nicht zum Zug gekommen. Henri atmete erleichtert auf. Wann wissen Sie es genau? Ich sage Annette im Laufe des Tages Bescheid. Um Himmels willen, das ist ja haarsträubend sagte Henriette lachend, die Henri in einem brokatseidenen Morgenmantel gegenüber saß. Es war angenehm kühl in der geräumigen Wohnküche. Henriette warf ihren langen grauen Zopf nach hinten, der fast bis zur Taille reichte. Als die Espressokanne zischte, stand sie auf, ging zum Herd und fragte Henri, »Soll ich dir nicht besser einen Cognac in den Kaffee rühren?« Henri stützte resigniert seinen schmerzenden Kopf in die Hände und rieb sich die Augen. Henriette stellte Espressokanne, Cognac, Tassen, Zucker und Milch auf den Tisch, schenkte Henri einen Kaffee ein und sah ihn fragend an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit aufräumen. Du kannst wirklich froh sein, dass die Gräfin so praktisch veranlagt ist. Meiner Meinung nach solltest du dir für deine neue Chefin schnellstens eine Strategie ausdenken. Die hat dir garantiert, was in den Drink gemixt. Und wenn was passiert ist, dann hat sie dich in der Hand. Vielleicht hat sie es sogar gefilmt. Man hört ja immer wieder davon. Henriette, verschon mich mit deiner Fantasie. Kann es nicht sein, dass ich vor Müdigkeit umgekippt bin? Sie nippte an ihrem Kaffee. Sicher. Und aus rührender Sorge hat sie dich ausgezogen und sich nackt zu dir gelegt. Hat deine Mutter dir wirklich so wenig über Frauen beigebracht? Französische Frauen sind eben anders, sagte Henri Finster. Er dachte an Anne wäre sie gestern abend da gewesen wäre das alles nicht passiert hört hört ich war immer der meinung die französischen frauen können es am besten am besten was die herren der schöpfung an der nase herumführen fleißig manipulieren und ihnen das gefühl geben sie hätten alles frei entschieden henriette grinste verschmitzt du solltest so tun als wüsstest du genau was passiert ist nämlich gar nichts das wird diese Sophia, was auch immer sie vorhatte, mit dieser Aktion zumindest verunsichern. Und du solltest dich mit anberaten. Unheimlich kluge Idee. Ich freue mich schon darauf, ihr zu berichten. Wenn du willst, lege ich dir die Karten. Du weißt, was ich davon halte. Nämlich nichts. Henriette wechselte das Thema. Außerdem wüsste ich gern, warum der Theaterleiter ermordet wurde. Der wirkte immer ganz nett und war sehr charmant. Henri trank den heißen Kaffee in kleinen Schlucken und spürte, wie langsam der letzte Nebel aus seinem Kopf verschwand. Glaubt man Walter und der einschlägigen Presse, war er ein ziemlicher Frauenheld. Ich kann die Frauen gut verstehen. Henriette, bitte. Es gibt viel mehr schöne Frauen als schöne Männer. Und Antonio Nunes sah ausnehmend gut aus. Wäre ich ein paar Jahre jünger, ist nicht von Belang. Und wenn es ein Liebesmord war? Henri bat seine Schwiegermutter, die Mädchen zu Lisa zu bringen, da er das ganze Wochenende würde ermitteln müssen. Henri beobachtete die vom Schlafmangel gezeichneten Gesichter. Sein Team hatte sich das Wochenende anders vorgestellt, aber niemand ließ es ihn spüren. Die Rollo's waren heruntergezogen, um die Hitze auszusperren. Die Luft im Raum war staubig und verbraucht. Eine einzelne Neonröhre surrte an der Decke und gab spärlich Licht. Es war zu heiß für kluge Gedanken. Henri trat an die Tafel und schrieb, während er sprach. Was wir bisher wissen: Antonio Nunez war gebürtiger Spanier. Seine Familie lebte in der Nähe von Sevilla, wo er regelmäßig hinflog. Was bedeutet regelmäßig? Fragte Zorro und rieb seine geschwollenen Augen. Regelmäßig heißt hier jedes zweite Wochenende für vier bis fünf Tage. Für uns bedeutet das. Er hat ein Leben in Sevilla, an das wir nur schwer herankommen.« Auch oh, ich würde gern mal hinfahren«, schlug Bernd gut gelaunt vor. Henri ignorierte die Bemerkung und fuhr fort. Nunes war 49 Jahre alt, keine Kinder, keine Ehe, in Deutschland keine Verwandten. Viele Frauenbekanntschaften. Die erste Befragung der Artisten hat keine Verdachtsmomente ergeben. Hier die Auflistung. Die Frauen von Mongolian Dreams kommen aus der Mongolei und sprechen kein Englisch, dafür ein wenig Russisch. Ich glaube, die können wir gleich ausschließen, denn sie sind das erste Mal in Europa. Andrej und Olga von den Cats stammen aus der Ukraine, Wohnsitz Moskau. Sie sind miteinander verheiratet. Andrej ist sehr korrekt, selbstverliebt und wirkte extrem unruhig, angeblich, weil er zu seiner kranken Olga wollte. Zwischen Olga und Andrej herrscht eine angespannte Atmosphäre, hat Walter angedeutet. Wir müssen herausfinden, warum und Walter noch einmal dazu befragen. In diesem Moment ging die Tür des Besprechungszimmers auf und Sophia betrat den Raum. Das schwarze T-Shirt lag eng an und die dunkel umrandeten Augen unterstrichen ihre südländische Ausstrahlung. Sie wirkte viel selbstbewusster als am Vortag, das entging niemandem. Guten Tag, Henri. Es wäre nett, wenn du das nächste Mal auf mich warten könntest. Ein gespanntes Schweigen breitete sich im Raum aus, und Henri konnte den Argwohn seines Teams körperlich spüren. Warum duzte Sophia ihn? Und warum klang ihre Stimme ihm gegenüber wie mit Zuckerwasser getränkt? Die Gräfin starrte konzentriert auf ihre Unterlagen und kam ihm nicht zu Hilfe. Er entschied sich, dieses eine Mal auf Henriette zu hören und ihrem Vorschlag zu folgen. Ruhig entgegnete er, wenn Sie das nächste Mal pünktlich sein könnten, wäre das einfacher, als das gesamte Team warten zu lassen. Alles, was bisher besprochen wurde, finden Sie hier an der Tafel. Danke für den Hinweis, konterte sie und lächelte ihn an. Henri sammelte sich einen Moment und schrieb weiter. Thomas, der Konferencier dieser Show kommt aus Mazedonien, hat bis zu seinem zwölften Lebensjahr in Bergisch-Gladbach gelebt, danach in Skopje. Ein intelligenter, gebildeter Mensch und schwer einschätzbar. Henri referierte weiter über den Komiker Amer aus Belgien, den jungen Viktor Meister-Jongleur aus Moskau, Putian aus China, der sich beim Verhör gebärdet hatte, als hörte er zum ersten Mal davon, dass Menschen ermordet würden, und das schwule Duo Antiqua aus Neuseeland. Bis gestern waren für Henri Laval-Artisten Menschen aus einer anderen Welt gewesen. Zauberwesen, die gefeit waren gegen so schnöde Empfindungen wie Eifersucht, Wut oder Hass. Es hatte ihn eigentümlich berührt, sie zu befragen und hinter den Masken, die sie auf der Bühne trugen, ganz normale Menschen zu erkennen. Gibt es keine deutschen Artisten? fragte Alex. Bestimmt, nur in dieser Show nicht. Angeblich mochten und schätzten alle Antonio Núñez. Was ich nicht glauben kann, denn der Typ war keineswegs der klassische Sympathieträger. Kurz zusammengefasst, es geht um Mord. Die Gräfin wird uns gleich erläutern, warum. Der Täter ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der Mitarbeiter oder Artisten gewesen. Und genau das stellt uns vor ein Riesenproblem. Wir haben maximal sieben Tage. Am 24. Juni schließt das Apollo für die Sommerpause. Die Abschlussgala findet am Tag davor statt, also kommenden Freitag. Danach reisen die Artisten in ihre Heimat oder in Länder, in denen sie Engagements haben und wo wir, außer vielleicht in Belgien, keinen Zugriff mehr auf sie haben. Um euch ein Beispiel zu geben, Viktor stammt aus einer alten russischen Zirkusfamilie und mit der geht er im Juli auf Tour nach China. Das bedeutet eine Hinreise über Monate, etliche Kilometer und Aufenthalte in Städten, deren Namen wir noch nie gehört haben. Und in China dürfte es nicht viel besser werden. Die Zeit drängt also enorm. Annette, darf ich bitten? Während Dr. Annette Graf aufstand und ihre Unterlagen kurz ordnete, ging Henri in die hintere Ecke und nahm sich einen Kaffee. Sophia stellte sich neben ihn. Wir müssen reden, Henri, sagte sie leise und zugleich laut genug, dass jeder im Raum es hörte. Henri ignorierte Sophia und zwängte sich zwischen Zorro und Alex, die ihn irritiert von der Seite betrachteten. Sophia nahm sich ungerührt Kaffee, lehnte sich an die Tischkante und blickte zur Gerichtsmedizinerin. Erdnüsse. Die Gräfin klemmte mittels eines Magneten das Bild einer Erdnuss neben das von Henri geschriebene. Antonio Nunez hatte eine Erdnussallergie. Es ist so ziemlich die schlimmste Allergie, die man haben kann, denn Erdnüsse oder Erdnussöl stecken in zahlreichen Lebensmitteln. Der unbeabsichtigte Kontakt mit dem Allergieauslöser ist selbst bei bekannter Allergie die häufigste Ursache für den tödlich verlaufenden anaphylaktischen Schock. »Wusste Antonio Nunez von seiner Allergie?«, fragte Sophia. »Ja.« antwortete Alex und reckte seine kompakte Gestalt. Laut Aussage seiner Freundin er hatte durch frühere allergische Schocks ein Trauma. Aus diesem Grund verfügte er über mehrere Notfallsets. Was ist das?", fragte Bernd. "Bei einem anaphylaktischen Schock kommt es zu Luftnot, Schleimhautschwellungen oder Kreislaufstörungen. Ein Notfallset zu dem bei einer Erdnussallergie unbedingt angeraten wird." Enthält vor allem den hochwirksamen Stoff Adrenalin, das den Kreislauf stabilisiert und die Luftwege erweitert. Sind Kreislauf und Blutdruck stabil, gibt es dem Patienten ca. 20 Minuten Zeit, ein Krankenhaus zu erreichen. Außerdem befinden sich im Notfallset antiallergische Medikamente und Cortison zur Minderung der Beschwerden. Zorro mischte sich ein. Wir haben unter seinem Schreibtisch ein Notfallset gefunden, er hat es allerdings nicht benutzt. Nur seine Fingerabdrücke konnten wir nachweisen. Genau, übernahm die Gräfin das Wort. Und in seinem Blut habe ich keines der notwendigen Medikamente nachweisen können. Henri stand auf, trat neben die Gräfin und schrieb das Wort Mord auf die Tafel. Der Todeszeitpunkt ist ziemlich exakt 21 Uhr. Nunez hat an diesem Tag das Varieté mit einem Stück Kuchen um 19 Uhr betreten und ist bis eine halbe Stunde vor Showbeginn in seinem Büro geblieben. Dann hat er es abgeschlossen und sich zum Eingang begeben, um die ankommenden Gäste zu begrüßen. Zu Beginn der Show hat er im hinteren Teil des Parketts gesessen. Ein Mitarbeiter, der um acht einen Kontrollgang gemacht hat, bestätigte, dass Nunes Bürotür verschlossen war. Sein Chef habe um halb neun die Vorstellung verlassen, um wie so oft in seinem Büro einen Imbiss, meistens ein Stück Kuchen, zu sich zu nehmen. Um 20.40 Uhr hat derselbe Mitarbeiter Nunes auf der Toilette getroffen. Er wusste die Uhrzeit so genau, weil er immer vor der Pause pinkeln geht. Es kann sein, dass in dieser kurzen Zeit Nonies Büro nicht abgeschlossen war. Das heißt, ab zwanzig vor neun könnte jeder in das Büro gegangen sein. Oder natürlich vorher, falls man sich einen Schlüssel besorgt hat, was jedoch schwierig ist. Es handelt sich um ein Sicherheitsschloss, für das nur derjenige einen Schlüssel nachmachen lassen kann, der die entsprechende Schlüsselkarte und seinen Ausweis vorlegt. Henri bedeutete der Gräfin fortzufahren. Ich habe im Mageninhalt Schokoladenkuchen gefunden", sagte Annette Graf, den Nunius erst kurz vor seinem Tod gegessen haben kann, weil der Kuchen noch fast unverdaut war. Aus diesem Grund nehme ich an, dass die Erdnüsse darin verborgen waren. Diese Vermutung ist ziemlich gewagt", sagte Sophia, die fleißig mitgeschrieben hatte. Sie können es nicht mit Sicherheit sagen, oder? "Nein", antwortete die Gräfin scharf. "Aber sein Tod rührt eindeutig von einem allergischen Schock her." Ein versierter Allergiker, der, wie wir wissen, seine Allergie kannte und wusste, dass Erdnussallergene in vielen Lebensmitteln zu finden sind, würde niemals ein Stück Schokoladenkuchen aus einem Supermarkt oder einer Bäckerei verzehren. Bernd bog seinen schmalen Rücken nach hinten durch und fragte Wie viele Erdnüsse muss ich denn in so ein Stück Kuchen hineinbacken? Oder brösele ich das später drüber? Erdnussallergene sind hitzestabil. Es reichen Mengen im Mikrogrammbereich aus, um die lebensbedrohliche Anaphylaxie auszulösen, erläuterte die Gräfin. Sophia schrieb schnell etwas auf. Sie sagten vorhin, der allergische Schock zeigt sich durch Atemnot, Schleimhautschwellungen oder Kreislaufstörungen. Ich verstehe nicht, warum er sich übergeben hat. Die Gräfin ging zu ihrem Platz zurück, setzte sich und sprach Sophia direkt an. Ich habe unter den Fingernägeln der rechten Hand Reste von Speichel und Mundschleimhaut gefunden. Er hoffte, indem er sich die Finger in den Hals steckte, durch die Entleerung des Magens eine Überlebenschance zu haben, doch dann ist sein Kehlkopf so angeschwollen, dass er erstickt ist. Sophia bewegte ungläubig den Kopf. Warum ruft er keinen Krankenwagen? In den paar Sekunden, die er hatte, handelte er. Selbst wenn man sofort einen Krankenwagen riefe, ohne das Notfallset wäre der Notarzt immer zu spät. Das ist wirklich übel, sagte Alex schaudernd. Seine Freundin hat uns erzählt, dass er diese Sets überall herumliegen hatte, zu Hause in jedem Zimmer, im Auto, im Büro, um nur ja zu vermeiden, dass er es im entscheidenden Moment nicht finden könnte, weil er es irgendwo vergessen hat. Er hatte es ja auch dieses Mal nicht vergessen. Es war da das lebensrettende Notfallset und wir müssen herausfinden, welche Umstände dazu führten, dass er es nicht benutzt hat", sagte Henri. Sophia ignorierend verteilte er in gewohnter Manier die Aufgaben an sein Team. Alex sollte einen Termin mit Nunez Freundin arrangieren und die Familie in Spanien ausfindig machen, um herauszufinden, ob es vielleicht ein Auftragsmord war. Sie brauchten Dolmetscher für alle Sprachen der anwesenden Artisten. Er selbst würde mit Bernd die Routine Sachen überprüfen, wie Lebensversicherungen, Schulden, Konten, Testament, letzte Anrufe. Zorro bekam den Zusatzauftrag von allen Artisten und Mitarbeitern die Fingerabdrücke zu nehmen. Henri seufzte. Er sehnte sich nach einer Zigarette. Sophia knüllte ein Blatt Papier unter dem Tisch zusammen. Wider Willen war sie beeindruckt, wie Laval die Fäden in der Hand hielt, stets zum Thema zurückfand und strukturiert dachte. Dieser Mann liebte seine Arbeit und würde sie nicht so einfach aufgeben, wie sie gehofft hatte. Ob er die Pille mit letzter Nacht geschluckt hatte, fragte sie sich. Wenn Edlers Rechnung nicht aufgeht, wird er mir die Schuld daran geben, dachte Sophia bitter. Hektisch beschloss sie einen neuen Plan. Alex bereits die kommende Woche auf Schulung zu schicken, um Laval ein wenig zu schwächen. Zwietracht zwischen der überaus intelligenten Doktor Annette Graf und Henri Laval zu sehen. Bernd und Zorro hatten so oft nach ihrer Oberweite geschielt, dass sie sich um die beiden keine Sorgen machte, die waren beeinflussbar. Es war eine altbekannte Reue, die in ihr heraufkoch. Der bittere Geschmack im Mund erinnerte sie an die leere Flasche Wodka heute Morgen in ihrer Küche. Ob Laval das gesehen hatte, bevor er gegangen war? Hatte er ihre Fahne gerochen? fragte sie sich. »Bernd, wir brauchen von wirklich jedem Artisten, was auch immer du finden kannst.« gemeinsamkeiten der artisten wo sind sie zusammen aufgetreten und wo sind sie vorher auf antonio nunez getroffen über den will ich ohnehin mehr wissen wie bekannt war er in zirkus und varietekreisen welchen ruf hatte er auch alle mitarbeiter des apollo ich habe dir die liste auf den schreibtisch gelegt müssen überprüft werden vom abendspielleiter bis zum kassierer unsere kollegen von der mordkommission nebenan haben sich bereit erklärt die befragung des gesamten personals zu übernehmen auch wenn ich mir davon nicht allzu viel verspreche, es muss getan werden. Je länger Henri sprach, desto mehr wurde ihm bewusst, dass sie die klassische Nadel im Heuhaufen suchten. Die Tatsache, dass über 80 Prozent der Täter im direkten Umfeld des Opfers zu finden waren, entwickelte sich hier zu einem Fluch. Bei diesem Toten gab es einfach viel zu viele Menschen im direkten Umfeld. Und wir beide, Alex, fahren zusammen zu Nunez Freundin. Auch wenn die Dame bei der ersten Vernehmung ausgesagt hat, Nunez habe keine Feinde. Welcher Mensch lebt schon ohne Feinde? Oder wie denken Sie darüber, Sophia? Sie schreckte hoch, errötete, fasste sich schnell und antwortete: Es ist zunächst ein Künstlermilieu, und wie bei allen Künsten, ob Tanz, Schauspiel, Malerei oder Schriftstellerei, schaffen es stets nur sehr wenige bis an die Spitze. Da sind Neid, Eifersucht und Hass vorprogrammiert. Suchte der Theaterleiter die Artisten aus? Offiziell nicht, inoffiziell ja, antwortete Henri abwartend. Also hatte er Macht und könnte diese ohne Weiteres gegen einen der Artisten missbraucht haben, schloss Sophia und entspannte sich, da ihr aufmerksam und ohne Häme zugehört wurde. Trotzdem stahl sich ein scharfer Ton in ihre Stimme, als sie fragte: Was ist mit diesem Walter? Hast du den ebenso im Visier, Henri? Der Todeszeitpunkt wurde eindeutig mit dem Ende der Pause um 21 Uhr angegeben. Walter hat die ganze Zeit mit mir am Tisch gesessen. Das kurze Unbehagen, das ihn beschlich, weil Walter im entscheidenden Moment mit seinen Töchtern das Parkett verlassen hatte, ignorierte er unwillig, wohl wissend, dass er gerade vor der versammelten Mannschaft seinem Freund ein falsches Alibi gegeben hatte. Und jetzt, ihr Lieben, wünsche ich jedem von euch einen erholsamen Sonntag. Es kann dennoch sein, dass wir uns morgen Vormittag hier einfinden müssen. Lasst bitte eure Handys an. Zorro, wann haben wir die Vergleiche der Fingerabdrücke? Montagmorgen, sagte Zorro schroff, weil er nicht wusste, wie er seiner Frau beibiegen sollte, dass schon wieder ein Mordfall ihrem gemeinsamen Tanzkurs die Stunden klaute. Und das Fußballspiel Mexiko gegen Angola würde er heute Abend auch nicht sehen können. Doch er wusste natürlich, dass Eile geboten war. Der Leiter der Spurensicherung hörte genauso wie sein Chef die Uhr laut ticken. Siebzehn Stunden war Antonio Nunes erst tot, trotzdem rannte ihnen die Zeit davon. Wir sehen uns also spätestens Montagmorgen um 8.30 Uhr hier. Es sei denn, einer von euch macht eine wichtige Entdeckung. Alex, es wäre gut, wenn du heute Abend mit ins Apollo kämest. Ich wüsste gern deinen Eindruck von den Artisten. Geht das? Kein Problem, sagte Alex. Sehr gut, danke für Euren Einsatz, ich weiß das sehr zu schätzen. Sophia war fasziniert davon, wie Henri Laval es schaffte, jeden im Team auf eine eigene, wie auf die Person maßgeschneiderte Art anzusprechen. Keinem hier im Raum ist gleichgültig, was dieser Laval über ihn denkt. Manipulation auf höchstem Niveau, resümierte Sophia, als sie mechanisch mit den anderen aufstand. Sie hatte beschlossen, Henri nicht noch einmal vor dem ganzen Team bloßzustellen, sondern es heute Abend als Überraschungsgast im Apollo vor Alex zu tun. »Gräfin, hast du eine Minute?« fragte Laval leise und bat Alex schon zum Parkplatz vorzugehen. Henri schloss die Tür hinter Bernd, presste seinen Rücken dagegen und zündete sich erleichtert eine Zigarette an. »Egal, wie schrecklich es ist, spuck es aus.« Dr. Annette Graf schmunzelte. Du hattest heute morgen um kurz vor sechs beachtliche 1,4 Promille im Blut. Außerdem habe ich eine leichte Vergiftung mit Barbituraten festgestellt. Ich tippe auf ein sehr starkes Schlafmittel. Das zusammen mit deinem Promillegehalt macht es nicht verwunderlich, dass du aus den Schuhen gekippt bist. Deiner, wenn ich so sagen darf, für einen starken Raucher bewundernswerten Konstitution hast du es zu verdanken, dass du so früh, wahrscheinlich früher als von Sonja geplant, aufgewacht bist und handlungsfähig warst. Und? Fragte Henri ungeduldig. Was sagt dieser Peter? Er würde wahnsinnig gern mal mit dir ausgehen, falls du trotz dieser alkohol schlafmittel in deinem Blut einen hochbekommen hast. Peter ist nämlich schwul. Als sie Henri's bestürzten Blick sah, musste sie lachen. Er zog eine Augenbraue hoch und sagte drohend: "Könntest du dich bitte sammeln und mir das Ergebnis mitteilen?" Die Gräfin kräuselte ihre Lippen. "Sorry. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent hattest du keinen Sex mit Sophia. Dagegen sprechen der Alkohol, das Schlafmittel, keine Spermien im Harnleiter, kein Scheidensekret." Henri ging einen Schritt auf sie zu und küsste die kleine zierliche Frau auf die Stirn. "Danke. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen." »Was wirst du mit der Information tun?« Laval nahm seine Unterlagen vom Tisch, sein Jackett von der Stuhllehne, zuckte die Schultern und antwortete, »Weiß ich nicht. Der Mordfall ist mir im Moment wichtiger.« Er zögerte. »Sag mal, wie viel Zeit brauchen Allergene, um zu wirken?« Annette blätterte ihre Unterlagen durch. »Kommt natürlich auf die Schwere der Allergie an, bei Antonio Nunez höchstens fünf Minuten. Vom Kuchenessen bis zum Tod?« fragte Henri. Genau. Das ist kein Spaß und wird von vielen unterschätzt. Bereits im Mund setzt die Verdauung ein, und die Allergene kommen mit der Schleimhaut in Berührung. Es könnte tatsächlich erst während der Pause passiert sein? Es ist ganz sicher während der Pause passiert. Warum? Nur so, log Henri. Es könnte demnach jeder gewesen sein, der im Laufe des Abends in der Nähe der Büroräume war. Mitarbeiter, Artisten, Besucher. Leider ja. Du solltest Nunez Gewohnheiten herausfinden. Hat er oft abends etwas Süßes gegessen? Hat er Besuche bekommen in dieser Zeit? Henri genoss diesen Austausch mit ihr und dankte dem Zufall, der die intelligente Gräfin in sein Team gebracht hatte. Guter Gedanke. Und falls er solche Gewohnheiten hatte, wer wusste davon? Er wandte sich zur Tür und sagte, »Bis Montag, Annette. Und danke.« »Ach, Henri?« »Ja?« fragte er argwöhnisch zurück, weil die Gräfin schmunzelte. Lass besser Alex fahren. Es könnte sein, dass der Alkoholgehalt deines Blutes immer noch über 0,5 Promille liegt. Das macht sich nicht gut für einen leitenden Hauptkommissar. Er hob die Hand und ging kopfschüttelnd davon. Als die Gräfin ihr Büro betrat, wartete Sophia ungeniert in ihrem Schreibtischstuhl und fragte, Darf ich wissen, woher Ihre ungewohnte Heiterkeit rührt? Annette ließ sich nicht verunsichern. Es genügte ihr eine Sekunde, um sich zu erinnern, dass sie den Schreibtisch wie immer verschlossen hatte und ihr Computer nach 30 Sekunden den kennwortgeschützten Bildschirmschoner einschaltete. Etwas rein Privates. Sophia erhob sich und kam um den Schreibtisch herum. Der kleine Raum lag im Halbdunkel, da dieses Büro nach Norden ging. Dafür war es trotz der Sommerhitze angenehm kühl. Können wir uns duzen? Sicher. Annette. Oder, den Spitznamen habe ich Bernd Albrecht zu verdanken, Gräfin. Sophia. Verbindlich lächelnd reichte Sophia ihr die Hand und nahm sich vor, die Gräfin nur Annette zu nennen. Sag mal, Annette, hat der gute Laval eigentlich ein Problem mit starken Frauen? Die Gräfin schluckte, um einen aufkommenden Lachkrampf zu unterdrücken. Nein, sagte sie. Gemeinhin nicht. Heißt? Er lebt bei seiner ehemaligen Schwiegermutter im Haus, die fünf Kinder von drei Ehemännern überwiegend allein großgezogen hat und außerdem extrem trinkfest ist. Henri ist liiert mit der Geschäftsfrau Anne Stahl, die im März zur innovativsten Geschäftsfrau des Jahres gekürt wurde, und er hat vier Töchter, wovon eine den braunen Gurt in Karate hat. Aha, sagte Sophia. Für einen Moment tat sie der Gräfin leid. Wir sind eben ein eingeschworenes Team und vertrauen uns blind. Da ist es sicher schwer für dich. Lass uns allen ein wenig Zeit, sagte sie versöhnlich. Annette blickte Sophia prüfend an. Sie versuchte herauszufinden, woher dieser unsichere Zug in ihrem Gesicht kam und die Körperhaltung eines Raubtieres. So angespannt, dass es jeden Moment zum Sprung nach vorn ansetzen konnte. Ja, das verstehe ich, aber. Sophia schaute die Gräfin lauernd an. Ist er immer so stürmisch, wenn ihm eine Frau gefällt? Gestern konnte es dem guten Henri gar nicht schnell genug gehen, und er ist ein guter Liebhaber. Annettes Blick verdüsterte sich unmerklich. Ich kann das eine so wenig wie das andere beurteilen. Sie schaltete ihren Computer aus, nahm ihre Tasche und fügte in der Tür stehend an. Und mit One-Night-Stands kenne ich mich ohnehin nicht aus. Bis Montag anlegte ihre Daumen auf die Schläfen und massierte den schmerzenden Kopf. Sie rechnete die Kalkulation für den Ankauf der Werke in Polen zum x Mal durch und konnte den Fehler, der sich irgendwo zwischen den Zahlenkolonnen verbergen musste, nicht finden. Der Sicherheitsbeamte im Gebäude des reußkonzerns war dreimal auf seinem Kontrollgang bei ihr vorbeigekommen und in der Etage unter ihr hörte sie das Surren der Staubsauger. Hinter den getönten Scheiben flimmerte die heiße, mit Abgasen durchsetzte Luft, und obwohl sie keine Lust verspürte, das wohltemperierte Gebäude zu verlassen, träumte sich An für einen Moment an die Düsseldorfer Rheinauen, wo man unter alten Bäumen die Füße im Wasser so einen heißen Tag wunderbar verleben konnte. Sie seufzte, legte ihre langen Beine auf die Schreibtischecke, den Kopf in den Nacken und schloss die geröteten Augen. Mist, Montag fällt die Entscheidung dachte sie. Ihr Handy klingelte. Es war ihre engste Freundin Marie, sie kannten sich seit über zwanzig Jahren, und Marie hatte Anne sehr gut zureden müssen, damit die sich daran wagte, mit Henri Laval eine Beziehung einzugehen. Davor hatte sie sich auf Affären beschränkt, die aufregend waren, keine Verbindlichkeiten forderten und vor allem ihre persönliche Freiheit nicht einschränkten. Hey, du bist also wieder im Lande? sagte Anne und lächelte. Marie arbeitete als Simultandolmetscherin für Russisch und Französisch und war wie an viel in der Welt unterwegs, weshalb es passieren konnte, dass sie sich manchmal monatelang nicht sahen. Wie war es in Kanada? Stressig. Aber sag mal, ich komme hier an und stelle mit Entsetzen fest, dass du nicht in Düsseldorf bist. Wolltest du nicht gestern endlich die vier kleinen Monster auf neutralem Boden treffen? An erklärte Marie, warum sie in Berlin geblieben war und spürte selbst, dass sie die Gründe vorschob. Hm. Ich glaube, dein Hauptkommissar hat ohnehin alle Hände voll zu tun. Auf allen Lokalsendern gab es heute Morgen Berichte, dass gestern Abend der Theaterleiter des Apollo aus ungeklärten Gründen verstorben ist. Ich hätte trotzdem dort sein sollen, ich weiß. Ann nahm ihre Beine vom Schreibtisch und setzte sich aufrecht hin. Wie spannend. Und warum warst du nicht? Ich sagte doch. Ich kümmere mich hier um einen wichtigen Kunden und arbeite an der Kalkulation für die Managementvorlage. An, wie lange kennen wir uns? Wenn du so fragst, wahrscheinlich viel zu lange. Gut, dann erzähl mir nicht so einen Unsinn. Henri glaubt das vermutlich, er ist ein Mann, aber ich bin eine Frau. Willst du mich beleidigen? Ich hatte nach dieser Woche einfach keinen Nerv auf seine Töchter. Es sollte ein wir unternehmen etwas gemeinsam Wochenende werden gräßlich. An. Sie ist von der praktischen Seite. Viele Frauen in unserem Alter hören die biologische Uhr immer lauter ticken. Dir bleibt das Dank dieses potenten Mannes, der bereits vier Kinder gezeugt hat, erspart. Du musst dir nicht erst die Figur ruinieren, um Kinder zu haben, und du darfst sie in einem Alter kennenlernen, in dem sie nicht mehr sabbern, nicht mehr in die Windeln machen und dir auch nicht deine Designerblusen vollkotzen. Anne lachte laut auf und erzählte Marie den Rest der Geschichte und dass sie nach dem Telefonat heute Morgen ziemlich sauer auf Henri war. Sobald eine Frau an den Jungs vorbeizieht, hat sie sich nach oben geschlafen. Wahrscheinlich denkt er über mich genauso. Ich habe ihm einen Selbsthilfekurs vorgeschlagen. Sei nicht so arrogant. Stell dir vor, du bekämest einen neuen Vorgesetzten, und zwar einen wesentlich jüngeren Mann. Das wäre auch dir nicht egal. Okay. Antwortete Anne schuldbewusst. Was schlägst du vor? Du packst deinen Laptop mit der Kalkulation ein und setzt dich in den nächsten Flieger nach Düsseldorf. Henri wird keine Zeit haben, er ermittelt. Schnickschnack. Er wird garantiert heute Abend im Apollo sein. Ruf Walter an, damit er dir eine Karte besorgt und überrasche Henri. Und wenn er morgen früh auf Mörderjagd ist, gehen wir in aller Ruhe frühstücken. Bin unterwegs, sagte Anne und klappte ihren Laptop zu. Sie war erleichtert, denn Henri Laval war der zweite Mann in ihrem Leben, in den sie sich wirklich verliebt hatte. Ihre erste große Liebe, Tom, war vor Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie hatten keine Zeit gehabt, auszuprobieren, ob ihre Liebe eine Beziehung überleben würde. Für Henri Laval fühlte sie genauso intensiv. Ein Mann, der sie nicht nur erobern wollte, dem sie nicht zu viel, zu intensiv, zu stark oder zu intelligent war. Sie fand ihn klug, sinnlich, schlagfertig und vor allem wusste Henri Laval genau, was er wollte, und handelte danach. Deshalb konnte sie ihn so leicht respektieren. Auf dem Weg zum Flughafen Tegel telefonierte Anstahl mit der Fluggesellschaft und ergatterte dank ihres Vielfliegerstatus einen Platz in der letzten Maschine, die um 17.10 Uhr von Berlin nach Düsseldorf flog. Henri und Alex parkten am Graf Adolf Platz vor der Unterkunft der Artisten. Antonio Nunez hatte hier eine Maisonette-Wohnung bewohnt. Das ging mir schon gestern Nacht durch den Kopf, sagte Alex, als er ausstieg. Ich mag ja meine Kollegen, aber mit ihnen in einem Haus wohnen? Henri trat seine Zigarette aus. Es ist eine andere Welt. Außerdem wechseln die Kollegen alle acht Wochen. Gibt es einen Aufzug nach oben? Alex schüttelte den Kopf und drückte auf die oberste Klingel. Es gab keine Namen, sondern nur Nummern auf den Schildern. Nunez hatte im Apartment 9 gewohnt. Henri kam keuchend hinter Alex an. Die Wohnungstür stand einen Spalt offen. Sie traten in einen dunklen Flur, der zu beiden Seiten das Firmament zeigte. Ein dicker, tiefblauer Teppichboden schluckte ihre Schritte. Am Ende des Flurs fiel das Licht gedämpft durch die offenstehende Tür des Wohnzimmers. Ich bin hier, rief eine melodische Stimme. Da der Anblick der Frau Henri einen Moment die Sprache verschlug, machte Alex den Anfang. Frau Holgersson, das ist mein Chef Henri Laval. Wir möchten Ihnen weitere Fragen stellen. Geht das? Sicher. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Sie sehen aus, als könnten Sie einen starken Kaffee gebrauchen. Gern, sagte Henri und suchte einen Aschenbecher. Er flüsterte Alex zu. Du hättest mich vorwarnen können. Alex zwinkerte. Nein, ich wollte dir deinen eigenen ersten Eindruck lassen. Sie ist ein Knaller, nicht wahr? Susanne Holgersson kam mit einem Tablett zurück, auf dem Tassen, Zucker und Milch standen. Als sie sich bückte, um es auf den niedrigen Wohnzimmertisch zu stellen, fielen ihre fast ein Meter langen blonden Haare zur Seite herab und berührten den Boden. Ihr Gesicht hatte eine seltsame Leere, die Henri zunächst darauf zurückführte, dass sie ungeschminkt war. Ihr Profil war wie gemeißelt, ihre Lippen fast weiß und ihre Augen so hellgrau, dass Henri das Gefühl hatte, hineinzufallen. Augenblicklich änderte sich das Bild, das er sich bisher von Antonio nonius gemacht hatte. Was war das für ein Mann, der mit so einer Frau zusammenlebte? Sie wirkte wie ein Fabelwesen. Aus den Tiefen des Flures Ertönte die Pfeife eines Wasserkessels und Susanna verschwand. Henri bemerkte, dass sie barfuß war. Wie lange waren die beiden zusammen? Seit dreizehn Jahren. Sie haben sich in Argentinien kennengelernt. Sie ist die Tochter einer reichen schwedischen Zirkusfamilie, die vor fünfzehn Jahren dorthin ausgewandert ist. Arbeitet sie? Ja, Herr Laval, ich arbeite. Zurzeit allerdings nicht als Artistin, sagte Susanna, die in diesem Moment mit dem Kaffee zurückkam. Sie setzte sich auf das Sofa, zog einen Fuß unter und goss Kaffee in die Tassen. Mit einer fließenden Bewegung signalisierte sie den beiden, dass sie sich setzen sollten. Henri und Alex fanden Platz auf dem unbequemen Sofa gegenüber. Ich bin Lyrikerin, sagte sie langsam. Und bevor Sie fragen, meine Texte erscheinen nur in Schweden. Henri nahm die Tasse ohne Henkel und ließ sie fast fallen, weil das Porzellan so heiß war. Wie geht es Ihnen? fragte er. Sie starrte ihn so lange an, dass er annahm, sie habe die Frage überhört. Ich glaube gut. Warum fragen Sie mich das? Haben Sie darüber nachgedacht, ob Ihr Partner ganz sicher keine Feinde hatte? kam Alex seinem Chef zu Hilfe. Susanna strich sich mit beiden Händen übers Gesicht, als versicherte sie sich, dass alles an seinem Platz war. Antonio hatte keine Feinde, antwortete sie ruhig. Henri nahm einen neuen Anlauf mit seinem Kaffee und trank einen Schluck, bevor er das Gespräch übernahm. Ihm wurden viele Frauengeschichten nachgesagt. Wie allen schönen Männern. Es war manchmal peinlich, wie sehr sich die Frauen an ihn herangemacht haben. Verschmähte Liebe? Das ist ein beliebtes Rachemotiv. Dafür war Antonio zu gutherzig. Er hat Frauen nie beleidigt, selbst dann nicht, wenn er sie abserviert hat, und darin hatte er viel Übung. Er wurde regelmäßig in den Boulevardzeitungen mit anderen Frauen abgelichtet. Gut für das Geschäft. Henri beschloss, dass dieses Thema nicht besonders ergiebig war, zumindest nicht mit Susanna, und fragte stattdessen Was können Sie uns von seiner spanischen Familie erzählen? Abermals entglitt Susanna in dieses leere Schweigen, das Henri nervös machte. Gar nichts, sagte sie schließlich. Wieso nicht? Ich kenne die Familie nicht. Moment mal sagte Henri und stellte seine Tasse ab. Sie waren dreizehn Jahre ein Paar und Sie kennen seine Familie nicht? Diese Frage schien Susanna zu belustigen. Herr Laval, wir Artisten sind anders als Sie. Selbst Familienmitglieder ersten Grades sehen sich manchmal zwanzig Jahre nicht. Für uns haben Jahreszahlen und Distanzen eine andere Bedeutung. Was bedeutet das in Ihrem Fall? Ich war sechzehn Jahre alt, als ich Antonio traf. Er nahm mich mit. Obwohl wir in Argentinien geblieben sind, habe ich meine Familie seitdem nicht mehr gesehen. Danach lebten wir in England, anschließend in Frankreich. Es hat sich nicht ergeben. Ihre Eltern haben Sie als 16-jährige mit einem 20 Jahre älteren Mann ziehen lassen? Henri dachte an seine Tochter Christa. Sie war selbstbewusst, stark, aber trotzdem noch ein Kind. Seine Gedanken erspürend, sagte Susanna mit sechzehn sind Zirkuskinder längst Erwachsene, auch die Frauen. Henri meinte, bei ihr eine Traurigkeit herauszuhören. Und ihre Familie war nicht sauer? Weshalb, fragte sie ihn so erstaunt und ratlos, dass er zum ersten Mal eine Ahnung davon bekam, wie sehr das Leben eines in der Welt umherreisenden Artisten sich vom Rest der Menschheit unterschied. Er musste schnell herausfinden, wie deren Kosmos funktionierte, wenn er den Mörder finden wollte. Und das musste auch sein Team begreifen. Seit wann leben Sie mit Antonio Nonius in Deutschland? Susanna bog den Kopf zurück und zeigte ihren schneeweißen schlanken Hals. Henri versuchte sich vorzustellen, seine siebzehnjährige Tochter käme mit einem 36-jährigen Mann nach Hause, nur ein paar Jahre jünger als er. Seit zwei Jahren, sagte sie in die Luft, bevor sie den Kopf erneut nach vorn kippte, davor haben wir vier. Nein, Drei Jahre für den Cirque d'Hiver in Paris gearbeitet, davor in Monte Carlo und davor in England und Argentinien. Was haben Sie gearbeitet? Sie legte den Kopf auf die Seite und fixierte einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Das lässt sich nicht so einfach sagen. Wir haben alles gemacht, mal als Regisseure, mal als Artisten, Seil und Partnerakrobatik. Manchmal haben wir die Stelle ausgemistet. »Man ist nicht immer oben, verstehen Sie das?« Ihr Blick kam langsam von der Wand zurück und heftete sich fragend auf Henri's Gesicht. »Wieso flog Antonio Nonius jedes zweite Wochenende zu seiner Familie?« »Seine kleine Schwester ist schwer krank.« »Sind das Artisten wie Sie?« »Roma!« Sie spuckte dieses Wort so aus, dass Henri sofort verstand, warum Antonio allein geflogen war. »Jede Welt hat ihre eigenen Hierarchien.« als habe sie seine Gedanken gelesen, fügte sie hinzu Antonio war sehr stolz auf seine Herkunft. Wenn man ihn fragte, ob er Spanier sei, antwortete er sofort Nein, südspanischer Zigeuner. Ihr Vater hat sie folglich vor dreizehn Jahren hinausgeworfen. Die Prinzessin und der Kesselflicker. Sie begreifen schnell, Herr Laval. Alex seufzte. Henrys Brillanz würde er nie erreichen. Zum Glück mochte er ihn genug, um nicht neidisch zu sein. Der spanische Zigeuner Antonio Nunes hatte also die Prinzessin der schwedischen Zirkusdynastie entweiht. Folglich wäre zumindest ihr Vater ein potenzieller Feind Antonios. Susanna schnalzte ungehalten mit der Zunge. Kein männliches Familienmitglied krümmt sich für eine verstoßene Tochter die Finger, schon gar nicht, um sie mit Blut zu besudeln. Außerdem sie zögerte einen Moment, Erlaubt es unsere Lebensweise nicht, Rache auf später zu verschieben. Henri nahm mechanisch die Zigarettenpackung aus seiner Tasche, zündete sich aber keine Zigarette an. Sie waren nicht verheiratet? Nein, und bevor Sie es herausfinden, ich habe keine Aufenthaltserlaubnis. Zudem bin ich staatenlos. Sie können gern rauchen, Antonio hat das auch getan. Sie drückte sich aus dem Schneidersitz hoch und zog, auf dem Sofa stehend, das Dachfenster auf. Die unvermittelte Helligkeit des ausgesperrten Sonnentages ließ Henri blinzeln. Was wollen Sie jetzt tun? fragte er besorgt. Die Frau strahlte eine ähnlich verborgene Verletzlichkeit aus, wie Henri es in seltenen Momenten von ankannte. Warten, sagte Susanna langsam. Worauf? Dass etwas passiert. Es passiert immer irgendwas. Sie ließ ihren leeren Blick auf ihm ruhen. Ich kenne mich da nicht aus. Dürfen Sie als Staatenlose frei reisen? Ob ich das darf, weiß ich nicht. Getan habe ich es. Wie geht das? Gut. Bitte, Frau Holgersson, könnten wir es etwas genauer haben? mischte sich Alex ein, dem ihre Art die Geduld raubte. Sie sank zurück in den Schneidersitz. Wir reisen als Artisten im Zirkus. Was glauben Sie, wie viele illegale, klein- und schwerkriminelle so über die Grenzen gelangen? Und zudem preiswerte Arbeitskräfte sind. Sie sind von Argentinien sicherlich nicht auf dem Landweg nach Europa gekommen, oder? fragte Henri. Nein, mit dem Flugzeug. Und das geht problemlos? hakte Alex nach. Ja. Wie? Kein argentinischer Grenzbeamter kontrolliert einen Pass aus China oder Taiwan. Jeder gute Zirkus hat ein paar Pässe unterschiedlicher Nationen auf Lager. Ebenso Geburtsurkunden und Familienstammbücher. Wenn Sie irgendwo in Chile unterwegs sind, haben Sie keine Zeit, nur weil ein Kind zur Welt kommt, tausende von Kilometern in die Heimat zu reisen, um das Kind anzumelden. Henri gestand sich ein, dass er darüber nie nachgedacht hatte, dass es kein kriminelles, sondern ein logistisches Problem war, das es in solchen Fällen zu lösen galt. Wer wusste von der Allergie Ihres Partners? fragte Henri. Keiner. Es war nicht nötig. Wir gingen nie essen, und Antonio nahm von niemandem etwas an. Wieso hat er dann den Kuchen gegessen? Weil ich ihn gebacken habe. Verwundert schlug sie die Augen auf. Hat der Schokoladenkuchen den Schock ausgelöst? Henri drückte seine Zigarette aus und stand auf. Ja. Kommen Sie. Ihre Beine mühelos auseinanderfaltend, stand Susanna auf und ging in die Küche. Henri folgte ihr. Es war ein winziger Raum, das Fenster stand offen, und einige Wespen kreisten an der Innenseite. Ich backe alle paar Tage einen Kuchen. Antonio kommt, nein, kam von der Show nach Hause, und wir haben zusammen gegessen. Für später hat er ein Stück Kuchen mitgenommen. Hier, das war der Kuchen, von dem er gestern Abend ein Stück mitgenommen hat. Sie reichte Henri den Schokoladenkuchen, der in einer grünen Plastikdose war. Wer wusste von dieser Angewohnheit? Das weiß ich nicht. Von den Artisten sicher kaum einer. Bestimmt die Mitarbeiter. Die dachten, es sei eine Masche von Antonio. Er ging schließlich nie mit ihnen zum Essen oder nahm etwas an. Wann haben Sie den Kuchen gebacken? Am Donnerstag. Ich hatte keinen Zucker mehr, deshalb habe ich ihn mit Honig gesüßt. Danke, Frau Holgersson. Alex, hast du noch Fragen? Als dieser verneinte, wandte sich Henri wieder an die junge Frau und sagte, ich bitte Sie dringend, uns weiterhin zur Verfügung zu stehen und das Land nicht zu verlassen. Sie finden allein hinaus. Kaum waren Sie vor der Tür, sagte Alex, bei der würde ich gern mal einen Drogentest machen und polterte die Treppe hinunter. Auf der ersten Etage wurden Sie von den Mongolinnen ausgebremst, die sich auf den Weg ins Apollo Varieté machten. Sie bedachten die beiden Männer mit einem trainierten Lächeln. So ungeschminkt, sagte Alex, als sie auf der Straße standen. Hätte ich sie fast nicht erkannt. Ja, aber sie dich. Mit einem Seufzer sank Henri neben Alex auf den Beifahrersitz. Genau das ist unser Problem. Die erkennen uns und wir sie nicht. Es ist wie verhext. Alex fuhr los und fragte, Wie meinst du das? Sie sind Menschenkenner. Mit all ihren Sinnen spüren sie, wer du bist, was du willst, sehen deine Schwächen. Zugleich beherrschen sie ihre eigene Körpersprache, ihre eigenen Empfindungen in Perfektion. Die Straßen in Richtung Innenstadt begannen zu verstopfen. Samstag, Kampftag für die Altstadt. In diesem Juni ergänzt um die nicht abreißende Partylaune der WM-Fans, die sich überall vor den Public-Viewing-Leinwänden versammelten. »Wir brauchen eine Vertrauensperson, die sich in diesem Milieu auskennt«, sagte Alex. »Walter«, schlug Henri vor. »Ja.« »Der scheint am besten geeignet, zumal er als einziger der Mitarbeiter ein sauberes Alibi hat.« Dank deiner Anwesenheit. Holger Edler wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah Sophia anerkennend an. Sie sind sehr gut. Ich finde diesen Platz direkt am Rhein überaus schön, sagte Sophia, während sie sorgfältig die Golfschläger verstaute, die Holger Edler ihr geliehen hatte. Sie hob den Ledersack in den Kofferraum seines Daimlers, schloss sacht den Deckel und lehnte sich gegen das aufgeheizte Auto. Holger, ich muss mit Ihnen reden. Sie gab sich die größte Mühe, schuldbewusst zu Boden zu sehen. Erst Laval, dann Ihre Akte. Es bleibt dabei keine Sorge, sagte der Polizeipräsident und dachte, Frauen, die um jeden Preis nach oben wollen, sind käuflich und mit einem dunklen Punkt in ihrer Vergangenheit sind sie obendrein gut einsetzbar. Nein, das ist es nicht, stammelte sie. Es geht um gestern Nacht. Ja? Er stellte sich dicht neben sie. Wir waren zusammen im Bett. Das Staunen auf seinem Gesicht dauerte nur eine Sekunde und ging in schallendes Lachen über. Holger Edler rieb sich die Tränen aus den Augen. Sie fackeln nicht lange, um ans Ziel zu kommen, sagte er anerkennend. Sophia heftete ihre Augen auf den Boden und fragte Was machen wir draus? Sie wussten beide, dass sie spielten, und sie taten es mit Vergnügen. Wir haben ziemlich viel getrunken, ich und er. Hat er sie vergewaltigt? Edler gab sich entrüstet. Nein, nicht wirklich. Ich war zu betrunken, ich wollte nur in den Arm genommen werden. Und das hat dieser Franzmann ausgenutzt. Edler wusste, dass diese Geschichte nicht stimmte. Laval mit seinem guten Aussehen und seinem Charme hatte es überhaupt nicht nötig, so eine Situation auszunutzen. Aber sie ist gut erfunden, dachte er. Er war weg, als ich wach wurde, und später bei der Besprechung hat er so getan, als wäre nichts passiert. So ein Dreckskerl? sagte sie verletzt. Und? Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er wollte nicht. Soll ich? Er rieb sich im Geiste schon die Hände. Nein, noch nicht. Ich wollte nur, dass Sie es wissen. Er drückte sie kurz an sich. Edlers Geruch nach scharfem Rasierwasser und frischem Schweiß schlug Sophia sofort auf den Magen. Natürlich. Sie können mir vertrauen. Und wenn Sie das nächste Mal in den Arm genommen werden wollen, Kommen Sie bitte zu mir. Einverstanden? Sophia nickte unterwürfig und lächelte. Henri öffnete die Beifahrertür. Alex, das wird eine ziemliche Scheiße, die wir da vor uns haben. Er stieg aus, beugte sich noch einmal zu seinem Kollegen hinunter und wiederholte den Gedanken, der fortwährend in seinem Kopf kreiste. Wir müssen schnellstens lernen, uns in der Welt der Artisten zurechtzufinden. Sonst haben wir keine Chance. Bis gleich im Apollo. Dann schlug er die Autotür zu. Als er in den Eingang trat, fiel er über seine jüngste, Alberta und seine älteste Christa. Sie waren mit Gepäck gekommen, das war kein gutes Zeichen für Henri. Hoppla, Ladies. Hat Henriette euch heute Morgen nicht zu Lisa gebracht? Er fasste Alberta unters Kinn und stellte fest, dass sie geweint hatte. Dieser Tag hat es wirklich in sich, dachte Henri frustriert. Er nahm ihre Taschen hoch und schloss die Haustür auf. Um Himmels willen, da seid ihr ja. Henriette kam auf sie zu und nahm ihre Enkelinnen in die Arme. Aus ihrer Küche kam der Geruch nach würziger Tomatensoße, der Ori veranlasste zu fragen Du hast gewusst, dass sie kommen? Henriette hob die Hände und schüttelte den Kopf mit einer Geste, die ihm sagen sollte Nicht vor den Kindern. Ihr geht nach oben, packt eure Taschen aus, wascht die Tränen ab und kommt wieder herunter. Ich wette, es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Ali. Er schob Henriette in ihre geräumige Wohnküche, machte energisch die Tür zu und fragte ohne Umschweife: Was habe ich verpasst? Henriette schob einen großen Topf mit Wasser auf den Gasherd, hielt ein Streichholz darunter, nahm den braunen Salztopf von der Anrichte und seufzte. Ihre Tochter Lisa war das einzige Kind aus ihrer zweiten Ehe. Zu ihren Kindern aus erster und dritter Ehe hatte sie ein gutes Verhältnis. Aber zu Lisa? Ihre Tochter war der freudloseste und konventionellste Mensch, den sie kannte. Ihr einziges Wagnis war vor vielen Jahren dieser franzose Laval gewesen, als der noch Kriminologie studierte. Als Henri sich dann für die Polizeilaufbahn entschied, wurde aus der Ehe eine Art permanenter Waffenstillstand, währenddessen Lisa mit immer mehr Kindern heimlich aufrüstete. Madame? Ich warte hörte sie die ärgerliche Stimme ihres Ex-Schwiegersohns und drehte sich zu ihm. Lisa hat heute Nachmittag angerufen, sie sei kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Sie schafft es einfach nicht mit den vier Kindern, sagt sie. Henriette drehte sich wieder zum Herd, streute Salz in das Wasser, legte den Deckel auf und zupfte umständlich die bunten Tücher zurecht, die sie stets umgaben. Weiter, sagte Henri fordernd, ich habe im Moment zu viele Baustellen. Das habe ich Lisa genau so erklärt. Und unter diesen Umständen müssten die zwei Rebellinnen unter den Töchtern eben ins Internat. Alberta und Chris, sagte Henri ungläubig. Sie nickte. Genau. Die beiden haben das mitgehört und beschlossen, die Sache auf ihre Weise zu lösen. Keine Stunde später rief Lisa erneut an Christa und Alberta seien verschwunden. Dass sie hier vor der Tür sitzen, habe ich natürlich nicht geahnt. Aber es war ein kluger Schachzug, dachte sie innerlich schmunzelnd. Henri setzte sich auf die Eckbank und stützte seinen Kopf in die Hände. Was sollte er machen? Er führte ja nicht einmal einen eigenen Haushalt. Nimm es locker, so musst du auch weniger Unterhalt zahlen. Darum geht es nicht, fuhr Henri sie an. Sie wohnten seit über einem Jahr in einem Haus zusammen, deshalb wusste sie, wie sehr er manchmal unter Strom stand. Henriette wandte ruhig ein. Darum geht es auch und wahrscheinlich um einen neuen Mann. Wie bitte? Na ja, so wie ich meine Tochter kenne, fürchtet sie von den Zweien den stärksten Gegenwind. Obwohl zwischen Christa und Alberta etliche Jahre lagen, benahmen sie sich wie Zwillinge. Vom Äußeren her waren sie vollkommen unterschiedlich. Christa, groß und hager, mit strohblonden Haaren, die sie kurz trug, Während Alberta mit ihren schwarzen Locken und leuchtend blauen Augen etwas Schämisches und für Henri Unwiderstehliches hatte, wenn sie ihn angrenzte. Doch sie hatten dieselben Lieblingsspeisen, bevorzugten ähnliche Kleidung, trainierten Karate, kämpften gegen ihre spießige Mutter und himmelten ihre unkonventionelle Großmutter an. Die Tür ging auf. Kleinmütig betraten Alberta und Christa die Küche und drückten sich an den Tisch. »Guckt ihr mir mal bitte in die Augen?« Langsam hoben sie ihre Gesichter, und Henri erkannte darin eine gewisse Siegessicherheit, weil er sie nicht sofort in ein Taxi gesetzt hatte. Seit Henri vor einigen Monaten erkannt hatte, dass die Ehe mit Lisa nur noch die Posse reiner Gewohnheit war und er zu Henriette gezogen war, hatten diese beiden Töchter gebohrt, ob sie nicht bei ihm wohnen könnten, und er hatte jedes Mal abgelehnt. »Ich kann mich nicht ausreichend um euch kümmern«, wiederholte Henri jetzt lahm. Ich habe manchmal tagelang keine Zeit, gehe nicht einkaufen, geschweige denn, dass ich die Hausaufgaben kontrollieren oder eure Wäsche waschen kann. Du willst uns nicht, sagte Alberta aufgebracht und funkelte ihn wütend an. Ich bin fast volljährig und kann waschen und putzen, und Alberta wird das lernen. Henri fehlte die Zeit für eine gut durchdachte Entscheidung. Außerdem spürte er, dass seine Töchter ihn einfach um eine Chance baten, und das war ihr gutes Recht. Hilfesuchend blickte er Henriette an, die sagte, Ich bin ja auch da. Sie füllte vier Teller mit Nudeln und brachte sie zum Tisch. Dann stellte sie den Topf mit der dickflüssigen Tomatensoße in die Mitte, den frisch gehobelten Parmesan daneben. Die Schwestern sahen ihren Vater gespannt an. Einen kurzen Moment dachte er, das wird an mir nie verzeihen, und sagte dann Gut, versuchen wir es. Ich räume euch keine Sachen hinterher. Für die Zimmer seid ihr selbst verantwortlich. Und da wir gerade dabei sind, ich weiß nicht, wann ich heute Nacht zu Hause bin, wehe, ich finde euch vor dem Fernseher. Mein Zimmer ist tabu. Morgen holen wir die wichtigsten Sachen, vor allem die Schulsachen. Macht eine Liste, denn dafür habe ich auch keine Zeit. Es war schon 19.30 Uhr. Er schlang ein paar Nudeln hinunter und hetzte los. Als er die Küche verließ und die Haustür zuzog, hörte er ihr Jubeln, auch das von Henriette, und musste trotz allem lachen. Die Uferpromenade war voller gut gelaunter Menschen, die bunte Fahnen schwangen, klatschten und sangen. In verschiedenen Abschnitten auf dem Sand zwischen den Platanen kickten Hobbyfußballer. Henri beneidete ihre Sorglosigkeit an diesem lauen Sommerabend. Er fürchtete, dieser Tag könnte weitere Überraschungen für ihn bereithalten. Denn eines war sicher. Der 17. Juni entwickelte sich zu einem der schwärzesten Tage, die er je erlebt hatte. Um zehn vor acht stand Henri auf der unteren Promenade, blickte zu den Büros des Apollo hoch und fand seinen Gedanken bestätigt. Von hier konnte man niemanden erkennen, es sei denn, man wusste, wer da gerade entlang ging. Er lief die Wiese zum Varieté hoch, wo Alex ihn mit den Worten erwartete, bis auf den letzten Platz ausverkauft wofür so ein toter Theaterleiter alles gut ist. Fast alle Tageszeitungen haben heute auf der ersten Seite Werbung gemacht für den Laden, und das Lokalfernsehen hat sogar stündlich berichtet, sagt zumindest meine Frau. Wo ist weiter? Der ist nicht auffindbar, antwortete Alex, schaute Henri prüfend an und zog zwei Karten aus der Tasche. Hier. Dein Name steht drauf. Wir sitzen nicht zusammen. Das wundert mich, denn der Tisch, an dem ich sitze, hat immer frei zu bleiben, Falls Bernhard Paul oder bestimmte VIPs plötzlich vor der Tür standen, wollte man sicher gehen, dass sie in jedem Fall einen Platz hätten. Egal ist gar nicht schlecht. So haben wir zwei Perspektiven. Sie reihten sich in die Schlange vor dem Apollo ein. Um sie herum waren nur Menschen in Abendroben und teuren Anzügen. Henri studierte die Gesichter, die erhitzt waren von dem sommerlichen Abend und der Vorfreude. Wer von ihnen, fragte er sich, wäre heute sowieso gekommen, und wer ist hier, weil er die mögliche Anwesenheit des Täters prickelnd findet? Als sie den Eingang erreichten, machte der livrierte Türsteher dem Fotografen, der stets alle Besucher ablichtete, ein Zeichen, woraufhin dieser umgehend zur Seite trat. Sie kennen sich ja aus, Herr Laval, trotz der Umstände einen schönen Abend, sagte der Livrierte. Wir treffen uns in der Pause an der Theke dort. Wandte sich Henri an Alex und wies mit der Hand nach rechts, wo eine Firmengruppe herumlärmte, die an ihren identischen orange-gelben Kappen zu erkennen war. Ist gebongt. Ich sitze direkt an der Bühne. Hoffentlich kommt nicht einer der Komiker auf die Idee, mich zum Mitspielen auszusuchen, sagte Alex gereizt. Nein, du kannst beruhigt sein. In dieser Show sind die Frauen dran. Der dritte Gong ertönte. Zeichen, dass es in wenigen Minuten losgehen würde. Sie eilten die breite Steintreppe hinunter. Henri schickte Alex zum Eingang an der Garderobe, er selbst bog ab, ging an den Toiletten vorbei und betrat den Innenraum. Im selben Moment ging das Licht aus. Die kleinen Lichterketten, die an den Kopfenden der Tische entlang liefen, erhellten den Raum minimal. Er hörte Alex auf der anderen Seite des Parketts stolpern und fluchen. Da Henri den Weg zu seinem Tisch in der vierten Reihe von zahlreichen Besuchen gut kannte, Fand er trotz der Dunkelheit zu seinem Platz. Zu seinem Erstaunen war der schräg zur Bühne stehende Sechsertisch tatsächlich belegt. Gegenüber von ihm saß Walter und zwinkerte ihm kurz zu. Auf den anderen Stühlen hatte die Geschäftsführung des Apollo, die Henri nur flüchtig kannte, Platz genommen. Direkt vor ihm saß eine Frau mit einem Spitzenschal um den Kopf. Der Konferencier Thomas betrat die Bühne und begrüßte das Publikum mit einem Reim, der auf heitere Weise den toten Theaterleiter ins Spiel brachte. Wenn ein Mörder mutig meuchelt, munkeln mörderisch verteufelt, Minnesänger, welch ein Graus vom Mörder droht für alle. Ach, ein großer Schmaus, uns füllt der Mörder dieses Haus. Der Geschäftsführer, der Henri schräg gegenübersaß, nickte zum Zeichen, daß das mit ihm abgestimmt war. Um die Sensationslust der Besucher zu entschärfen. Keinem außer Walter fiel auf, dass der Vorhang sich nicht einwandfrei öffnen ließ. Er verschwand lautlos von seinem Stuhl ins Dunkle. Die Frau vor ihm legte unvermittelt ihre Hand auf Henri's Oberschenkel. Reflexartig griff er zu und wollte gerade eine rüde Bemerkung machen, als er anerkannte. Er umschloss ihre Hand mit seinen Fingern und küsste sie sachte auf den Hals. Henri hätte ihr gern gesagt, wie sehr er sich über ihre Anwesenheit freute, doch sie saßen alle zu dicht beieinander. Ihre Gegenwart machte es ihm nicht leichter, sich dieses Mal mehr auf die Show zu konzentrieren. Ann nutzte den ersten Applaus und drehte sich zu ihm um. Entschuldige wegen gestern. Ich habe mir nicht die Mühe. Henri küsste sie schnell auf den Mund und legte ihr danach den Zeigefinger auf die Lippen. Wir reden gleich in der Pause, okay? Der Pantomime Amer betrat als nächster die Bühne. Er spielte einen unglücklich Verliebten und sein Gesicht war so wandelbar, dass er tatsächlich keine Sprache brauchte. Amer, kam es Henri in den Sinn, bedeutet im Französischen bitter. Ihn verdächtigte er eigentlich nur, weil von ihm etwas Wahnsinniges ausging. Das gehört zu seiner Rolle, hatte Walter abgewiegelt. Vom Abendspielleiter hatte Henri erfahren, dass es Streit zwischen Antonio Núñez und Amer gegeben hatte. Mehrfach. Es war um die Reihenfolge der Auftritte gegangen, denn der Wert eines Artisten ließ sich von seinem Platz in einer Show ablesen. Je näher am Finale, desto besser. Und Amer war nach seiner eigenen Einschätzung viel zu weit vorn. Die Bühne wurde dunkel und der junge Viktor Raminow tauchte in einem Lichtkegel auf und jonglierte mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ihn hielt Henri für unschuldig, obwohl er wusste, dass er sich in diesem Mordfall weder von seinen Gefühlen noch von seiner Intuition leiten lassen durfte. Normalerweise gehörte beides zu seiner erfolgreichen Ermittlungstechnik. Er verfügte über einen fast untrüglichen Spürsinn für Mörder und deren Beweggründe. Aber an der wandelbaren Oberfläche der Artisten, die die häufig so verräterische Körpersprache mit vollendeter Eleganz und Leichtigkeit beherrschten, prallte seine sonst so verlässliche Intuition ab. Henri's Gedanken kehrten zurück auf die Bühne, und er dachte daran, dass manche Artisten behaupteten, es gebe bei ihnen keine Rangordnungen. Walter nannte sie Blumenkinder. Keine Gesellschaft kam ohne Strukturen aus, und die Artistenwelt hatte eine eigene. Auf der Bühne erhöhte Viktor sein Tempo und fesselte die Zuschauer, die gespannt den Atem anhielten. Auf seinem Gesicht erschien der Ausdruck purer Leidenschaft. Henri zweifelte und fluchte. Jeder konnte alles sein, also auch ein Mörder, also auch Viktor. Anschließend kam Thomas heraus und entließ das Publikum mit einem weiteren Reim in die Pause. Das Licht ging an, und Anne drehte sich gerade zu Henri um, als Sophia, die Locken in einem kunstvoll geflochtenen Zopf gebändigt, in einer hautengen schwarzen Satinhose und mit durchsichtiger Bluse, die ihre schwarze Spitzenwäsche deutlich zeigte, ihre Hand auf Henris Schulter legte und sagte Henri, wir müssen unbedingt über letzte Nacht reden. Ich verstehe nicht, wieso du heute Morgen so schnell weg warst. Ich hätte gern mit dir gefrühstückt. Ann und Walter zogen gleichzeitig fragend eine Augenbraue hoch, während Henri sich bemühte, nicht in einen hysterischen Lachkrampf auszubrechen. Er schüttelte Sophias Hand ärgerlich ab, stand auf, trat dicht an sie heran und sagte eindringlich Hören Sie, Sophia. Was immer Sie sich da ausgedacht haben, wird nicht funktionieren. Sie sind nicht die erste und werden leider nicht die letzte sein, die an meinem Stuhl sägt. Merken Sie sich Folgendes gut. Von den letzten beiden, die das versucht haben, ist der eine vom Dienst suspendiert und sitzt gemeinsam mit dem anderen, dessen Frau in Therapie ist, im Gefängnis. Unterschätzen Sie nicht, mit wem Sie sich anlegen. So. Er sprach lauter, zog an vom Stuhl hoch und zu sich hin, und jetzt würde ich gern mit der wunderbarsten, intelligentesten und schönsten Frau, die es gibt, die Pause verbringen. Wir sehen uns morgen hier zu den Befragungen oder Montag im Präsidium. Einen schönen Abend. Sophia verschlug es die Sprache. Denn sie hatte nicht mit Anstahl, Stahl, sondern mit Alex gerechnet, und wenn sie ehrlich war, auch nicht mit dieser heftigen Reaktion Lavalls. Eilig ging sie in die andere Richtung davon. Am Ausgang trat der Polizeipräsident Holger Edler Henri und Ann in den Weg. Vorsicht, Lavall. Ihr letztes Stündlein hat bald geschlagen. Henri schob ihn zur Seite, zischte Geschenkt und ging mit Ann weiter. Vor den Toiletten war noch keine Schlange. Henri testete, ob die Behindertentoilette belegt war, drückte schnell die Klinke hinunter und verschwand mit an hinter der Tür. Kein sehr romantischer Ort, aber wahrscheinlich der einzige, an dem wir im Moment ungestört reden können, sagte Henri entschuldigend. Als er den Spott in ihren Augen wahrnahm, hätte er am liebsten sofort mit ihr geschlafen. Kollege Alex wartete oben an der Bar, mahnte er sich. Reden klingt gut sagte an. Es ist ja mächtig was los in deinem Leben. Ja, selbst wenn du nicht da bist. Ihre grüngrauen Augen blitzten ihn an. Ihr Geruch nach Vanille und Orange raubte ihm einen Moment die Sinne, und ehe er sich's versah, überließ er sich ihren Berührungen. Kichernd kamen sie zu Atem. Der erste Gong, der das baldige Ende der Pause ankündigte, ertönte. Am Ende der Show habe ich ein paar Gespräche. Ich schätze, gegen elf oder halb zwölf bin ich hier durch können wir uns danach sehen? Antupfte sich mit einem Kosmetiktuch den Schweiß von der Stirn und puderte ihr errötetes Gesicht. Bei dir oder bei mir? Ihre Stimme klang rau. Bei mir. Henri nahm sie von hinten in den Arm und fand ihr Spiegelbild betrachtend, dass sie selbst im grellen Licht dieser Toilette wunderschön war. Kein Problem, antwortete an. Ich habe meinen Laptop dabei weil ich eine kalkulation prüfen muss, das erledige ich während ich auf dich warte sie drehte sich zu ihm um ich tue nach der show als gäbe es mich nicht soll ich bei roberts bistrot noch was zu essen besorgen es war ihr gemeinsames lieblingsrestaurant im düsseldorfer hafen bitte am liebsten ein portefeuille beide prüften den sitz ihrer kleidung und gingen mit so ernsten mienen wie möglich an den überraschten gesichtern der toilettenwarteschlange vorbei Henri hetzte die Stufen zum Foyer hoch. Alex kam ihm auf der letzten entgegen. Wo bleibst du denn? Henri wusste, dass sein Kollege sich unter all diesen schicken Menschen unwohl fühlte. Zusammenstoß mit Sophia. Na super. Können wir? Also ich kann keinen der Artisten einschätzen. Für mich sind sie einer wie der andere, nämlich undurchschaubar. Für wann sind denn die nächsten Befragungen vorgesehen? Da wäre ich gern dabei. Sonntagnachmittag. Ich konnte ihnen keine weitere Nachtbefragung zumuten, zumal, das dürfen wir nicht vergessen, alle ein Alibi haben. An der Bar standen neben anderen Gästen Polizeipräsident Holger Edler mit Gattin und Sophia, die geziert an einem Glas Orangensaft nickte. Alex folgte seinem Blick. Sag mal, Henri, was läuft da zwischen dir und ihr? Nichts, absolut nichts. Und wann immer sie versuchen sollte dir oder einem anderen im Team das Gegenteil unterzujubeln, müsst ihr mir einfach glauben. Ich fürchte, die hat es darauf abgesehen, mich loszuwerden und die Abteilung als Chefermittlerin zu übernehmen. Verstehen kann ich es, sagte Alex bestimmt. Durch unsere Erfolge ist eine Menge Prestige mit dieser Abteilung verbunden. Außerdem fürchte ich, wir haben es mit einer Alkoholikerin zu tun, sagte Henri leise. Quatsch, das glaube ich nicht. Na ja, das würde ihre Fahrigkeit und Launen erklären, und sie riecht für meinen Geschmack zu oft nach Pfefferminz. Achte mal drauf. Sie gingen langsam die Treppen zur Bühne hinunter. Walter diskutierte hektisch mit einem der Geschäftsführer, dann verschwanden sie hinter der Tür, die zu den Garderoben führte. Irgendetwas an ihrem Verhalten machte Henri unruhig und misstrauisch. Wie geht es weiter? fragte Alex neben ihm. Ich spreche nach der Vorstellung mit der Geschäftsführung. Ich hoffe sehr, die wissen mehr über Nunes. Sie haben immerhin einen Grund gehabt, ihn einzustellen. Willst du dabei sein? Wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Familienleben heute Abend fände ich netter. Kein Problem. Morgen ab 14 Uhr bin ich für weitere Befragungen hier. Es wäre gut, wenn du kommen könntest, und es vor allem schaffen würdest, diese Sophia ranzuschleppen. Ich will sie dabei haben. Der dritte Gong ertönte. Oris Tisch war bis auf An und eine Flasche Champagner leer. Er setzte sich neben sie, strich mit den Fingern über ihren Nacken und füllte beide Gläser. Manchmal störte es ihn, dass sie so viel Geld verdiente und es mit vollen Händen ausgab, heute Abend nicht. Er fragte sich, ob er mit dem schwärzesten aller Tage durch war oder ob weitere Überraschungen auf ihn warteten, und er dachte, manchmal ist es auch gut, dass ein Tag nur vierundzwanzig Stunden hat. Plötzlich fiel ihm ein, dass Christa und Alberta in seiner Wohnung waren und er Ann nur erzählt hatte, dass Henriette sie heute Morgen zu Lisa zurückgebracht hatte. Henri wollte gerade etwas sagen, beschloss dann aber, es darauf ankommen zu lassen, und warnte Ann nicht. Er bemerkte, dass Walter einen besorgten Eindruck machte und fragte leise Alles in Ordnung? Ja, die Geschäftsleitung erwartet dich nach der Vorstellung am Künstlerstammtisch. Auf der Bühne zauberte der Konferencier allerlei aus seinem Kästchen und wieder hinein. Das Publikum kicherte verhalten. Erst als Thomas ein paar, wie Henri fand, billige Zoten riss, kam so etwas wie Gelächter auf. Derart eingestimmt ließen sich die Zuschauer vom Duo Antiqua aus Neuseeland, das den Kampf ums Trapez, eine traditionelle Zirkusnummer gekonnt absolvierte, zum Weiterlachen verführen. Henri kam es dennoch so vor, als würde die Nummer ewig dauern. Die beiden verneigten sich schließlich schäkernd vom Trapez herab. Der Vorhang öffnete sich erneut, und Putian lag auf einem schwingenden Schlappseil, als entspanne er nach einem anstrengenden Tag. Die Balance auf einem straff gespannten Seil galt bereits als hohe Kunst, aber auf einem durchhängenden Seil zu balancieren war die Königskür der Seiltänzer. Weltweit gab es nur wenige, die das konnten, hatte Walter Henri belehrt. Putian lief über das Seil fuhr darauf Fahrrad und jonglierte gleichzeitig mit Bällen und Ringen, als gelten für ihn andere Gesetze der Schwerkraft. Die Befragung mit dem schmalen kleinen Chinesen war schwierig gewesen, denn er war so eingesponnen in seine Kunst. Als Henri es endlich geschafft hatte, zu ihm durchzudringen, wirkte Putian verwirrt und kicherte. Mit einem maßlosen Staunen hatte er wiederholt gesagt, Warum sollte denn jemand ihn umbringen? Wer macht denn sowas? Das gibt es nicht. Und wenn das nur gespielt war? fragte Henri sich ratlos. Es folgte anhaltender Applaus für den kleinen lächelnden Mann. Henri wusste, dass die Gage das eine war, denn ohne die gab es kein Brot auf dem Tisch eines Artisten, dass aber der Applaus die Nahrung für ihre Seelen war. Ohne Brot hungert ein Artist, doch ohne Applaus verkümmert er, hatte Walter einmal gesagt. Henri drehte sich zu seinem Freund um, doch der war lautlos verschwunden. Anne hatte die Unterlagen auf dem Esstisch ausgebreitet, das Pot-au-Feu in einen Topf umgefüllt und auf den Herd gestellt, ihren Laptop mit Strom versorgt und versuchte nun, den Boiler im Bad in Gang zu bringen. Ich hasse Altbauwohnungen. Papa! hörte sie von nebenan und zog mechanisch ihren Bademantel enger um sich. Langsam öffnete sie die Tür zum Wohnzimmer. Henri's Tochter Christa stand, nur mit Unterwäsche bekleidet, neben dem Tisch und studierte ihre Zahlenkolonnen. Scheiße, dachte An und fragte: Interessiert dich das? Christa zuckte zusammen und starrte die Freundin ihres Vaters an, als habe sie eine Erscheinung. Es war ihr sichtlich unbehaglich, An auf diese Weise zu treffen. Ann ging an ihr vorbei zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Champagner heraus und fragte: Möchtest du ein Glas? Das Tussengetränk der Düsseldorfer Schickeria. Sie sind bestimmt eine gute Kundin an den Champagnerständen in der Innenstadt. Genau. Aus dem Alter ins Jugendzentrum zu gehen und Altbier zu trinken, bin ich nämlich raus. Ich gehe nicht mehr ins Jugendzentrum. Ann goss vorsichtig ein. Eine weise Entscheidung. Das Glas beschlug. Sag mal, sie sah Christa in die Augen, du siehst ziemlich traurig aus. Ist was? Christa streckte sich. Geht sie das jetzt auch schon was an? Ann zögerte einen Moment. Kinder waren einfach nicht ihre Welt. Was ist jetzt, Christa? Willst du ein Glas Tussengetränk oder nicht? Chris. Ich heiße Chris. Diesen altbackenen Namen verdanke ich meiner Mutter. Hinter Christa ging die Tür des zweiten, eigentlich unbewohnten Zimmers auf und Alberta kam verschlafen heraus. Ann schickte ein Stoßgebet gen Himmel. Herr, mach bitte, dass sie nicht alle da sind. Sie reichte Christa ein Glas. Die sich auf den Stuhl fallen ließ, ihre Knie hochzog und diese mit beiden Armen umschloß. Sie tat, als gäbe es ihre kleine Schwester nicht und beobachtete die aufsteigenden Perlen in dem Glas, das vor ihr stand. Ich möchte auch, sagte Alberta selbstbewusst. Ich bin aber erst neun Jahre alt. Sie war Henri so ähnlich, dass an sie einen Moment anstarrte und dann erst sagte: Mach dir nichts. In Frankreich trinken auch Kinder in deinem Alter zu besonderen Anlässen durchaus ein Glas Wein oder Champagner. Alberta platzierte sich auf dem Stuhl neben Christa, strich ihre schwarzen Locken aus dem Gesicht und guckte an aus blauen Augen ungeniert an. Ich bin nur eine halbe Französin. Verstehe. Wie wäre es unter diesen Umständen mit einem halben Glas Champagner? Die Wohnungstür ging auf und andachte wenn jetzt die Töchter Nummer drei und vier kommen, packe ich ein und gehe. Stattdessen erschien Henriette mit ihrem verschmitzten Lächeln. Also goss An für Alberta ein halbes, für deren Oma ein weiteres Glas ein und stieß mit allen an. Das kitzelt in der Nase, sagte Alberta, nahm einen weiteren kleinen Schluck und sagte unvermittelt Wir wohnen übrigens seit heute hier. Ann ließ ihr Glas sinken. Tatsächlich? Sie füllte Champagner nach und unterdrückte den Impuls, den Inhalt ihres Glases in einem Zug hinunterzukippen. Henri stand an der Rheinuferpromenade und versuchte seinen Frust in den Griff zu bekommen, bevor er nach Hause ging. Das Gespräch mit der Geschäftsführung hatte nichts gebracht. Souverän hatten sie alle Fragen pariert. Es gab keinen Streit, keine Zwistigkeiten, nicht unter den Artisten und erst recht nicht mit der Leitung des Apollo. Wer es glaubt, dachte Henri und schnippte seine Zigarette in den Rhein. Dann zog er die Luft hörbar ein. Er erinnerte sich, was heute Abend gefehlt hatte und warum ihm die Nummer des Duo Antiqua so endlos vorgekommen war. Die Cats waren nicht aufgetreten. Henri nahm sein Mobiltelefon, schaute in Richtung Apollo Varieté, wo die Bar hinter der Glasfront noch erleuchtet war, und rief weiter an. Ist noch was, Henri? Ja. Warum sind die Cats heute nicht in der Show gewesen? Olga ging es nicht gut, ihr war schwindelig und zittrig. Sie ist die Unterfrau und das ging gar nicht heute. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil ich dir auch sonst nie Programmänderungen mitteile, antwortete Walter. Es ist nicht wie sonst. Versprich mir, dass Olga morgen bei der zweiten Befragung anwesend ist und wenn du sie mit dem Krankenwagen holen musst. Ich brauche in diesem Fall besonders deine Hilfe und baue darauf, dass du mir nichts vorenthältst. Ich sage dir, wenn hier etwas passiert, was du wissen musst. Ich kümmere mich um Olga, aber jetzt habe ich zu tun. Gute Nacht. Ich kann euch den Laden auch dicht machen, dachte Henri wütend. Er rauchte eine weitere Zigarette und überlegte, ob er Walter das glauben konnte. Wem gehörte seine Loyalität? Den Artisten oder seinem langjährigen Freund, dem Kommissar? Als er schließlich die Haustür aufschloss, begriff er, dass er gar keine andere Chance hatte, als mit seinem Freund im Apollo zusammenzuarbeiten. Aus seiner Wohnung im ersten Stock drang lautes Gelächter. Im Hochparterre stand die Tür zu Henriettes Wohnküche offen. Bei Henri's Anblick verstummten alle vier. Er staunte, seine Töchter in trauter Runde mit Ann und Henriette zu sehen. Christa hielt sich eine Hand vor den Mund, um ihr Kichern zu unterdrücken. Sie war offensichtlich leicht angetrunken. Hallo, Henri, möchtest du ein Glas? fragte seine Exschwiegermutter, bevor ein weiterer Heiterkeitsausbruch die vier am Tisch erfasste. Ann wischte sich eine Lachträne von der Wange und streckte versöhnlich eine Hand nach ihm aus. Eine Geste, die er ignorierte. Gibt es hier jemanden, der keinen Champagner getrunken hat? fragte Henri stattdessen. Christa zeigte auf Poseidon, der ausgestreckt auf dem Sofa schlief und antwortete Der Kater wollte nicht. »Mademoiselle, vous allez vous coucher immédiatement. On parlera demain. Allez!« Anstandslos standen Alberta und Christa auf, zwinkerten an zu und verschwanden in ihre Zimmer. »Ich lasse euch mal allein«, sagte Henriette, nahm ihr Glas und stand ebenfalls auf. »Warum? Wenn ihr euch gerade so prächtig amüsiert, will ich nicht stören«, meinte Henri. »Ich habe ohnehin zu arbeiten.« Henriette kannte ihn gut genug, sagte nur Gute Nacht zusammen und verschwand durch die Tür. Henri warf seine Zigaretten auf den Tisch. Verdammt, an, das sind Kinder. Die füllt man nicht mit Alkohol ab. Sie langte über den Tisch und zog eine Zigarette aus der Packung. Erstens habe ich sie nicht abgefüllt, und zweitens lernen sie besser frühzeitig, sich stilvoll zu betrinken, anstatt mit Alkopops und diesem ganzen Unsinn. Pädagogisch total wertvoll, du hättest Mutter werden sollen. Nicht wahr? Das haben deine Töchter auch gesagt, kurz bevor du kamst. Anne konnte nicht anders und lachte los. Henri blickte sie ärgerlich an. Schließlich stand sie auf, kam zu ihm und sah ihm lächelnd in die Augen. Du bist unmöglich, Anstall. Das hast du vorher gewusst, Henri Laval. Sie küsste ihn. Komm, wir gehen baden. Und du erzählst mir in aller Ruhe, was ich noch nicht weiß. Der Boiler, ich habe ihn vor zwei Stunden angemacht. Sie nahm die Flasche, zwei Gläser und verschwand im Bad. Sonntag, 18. Juni. Sie träumte in einem Steinbruch zu sein, wie auf Andreys Fotos von Sibirien. Ihr war kalt und irgendwo in einem verborgenen Winkel dieser grauen Klüfte hämmerte jemand. Susanna schreckte hoch. Ruhig, ich bin es! flüsterte André und wischte ihr mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Sie sank gegen seine Schulter und schluchzte. Es ist vorbei. Er schob seine große Hand unter ihre langen seidigen Haare und streichelte die weiße Haut ihres Rückens, zog sanft mit dem Zeigefinger über die knotige Narbe dort hinten. Ob Olgas auch so schlecht verheilen würde? fragte er sich. Wann fahrt ihr? fragte Susanna. Gleich. Kurz vor acht geht ein Zug nach Berlin und von dort weiter nach Moskau. Warum fliegt ihr nicht? Keine Fluggesellschaft würde Olga in diesem Zustand mitnehmen. Sie ist kaum bei Bewusstsein und hat große Schmerzen. Andrei fasste Susanna bei den Schultern und schob sie von sich. Olga will keinen deutschen Arzt. Wenigstens blutet sie nicht mehr. Seufzend stand er auf. Ich gehe packen. Wir sehen uns nächste Woche in Helsinki. Bleibt es dabei. Susanna sank zurück und schloss die Augen. Ja. Der Zirkus Bertini nimmt mich mit. Die machen Mittwoch oder Donnerstag hier in der Gegenstation. Ich reise als Tierpflegerin und Clown mit. Leb wohl, André. Sie schaute ihm nicht nach, denn der Schmerz unter der Narbe machte es ihr unmöglich, sich zu bewegen. Zeit sich bei Dr. Himmel neue Schmerzmittel zu besorgen. Um sieben Uhr fuhren die zitternde Olga, Andrei und Viktor mit dem Taxi zum Hauptbahnhof. Ein stürmischer Wind kündigte die nahende Gewitterfront an. Der Taxifahrer, Jannes Mühlensiepen, kümmerte sich nicht um die Russen und erkannte die vermummte Frau, die er Freitagabend bei Dr. Himmel abgeliefert hatte, nicht wieder. Das würde seine letzte Fahrt sein danach war die Nachtschicht zu Ende er war eigentlich schon auf dem Heimweg gewesen da hatten die Artisten auf seinem Handy angerufen und ihm das Codewort Antonio nunes genannt deshalb fuhr er ohne Uhr diese schwarzfahrten für dr Himmel und nunes waren willkommenes schwarzgeld er ließ die Artisten am hinteren Teil des Bahnhofs aussteigen von dort hatten sie es nicht weit zu den Gleisen für die Fernzüge Viktor gab ihm einen 50 Euro Schein und forderte ihn auf zu warten. sah den dreien nach und hoffte, der junge Russe würde sich beeilen. Die zwei Männer nahmen Olga in die Mitte und mussten sie beinahe tragen. Am Zug angekommen, verstaute André zuerst das Gepäck im Waggon. Dann trat er zurück auf den Bahnsteig und brachte mit Viktors Hilfe Olga in den Wagen. Wie willst du das in Berlin mit dem Umsteigen machen? Mein Cousin Alexei tritt gerade im Friedrichsstadtpalast auf und kommt zum Ostbahnhof. Leb wohl. André küßte seinen Landsmann auf beide Wangen und folgte ihm mit dem Blick, bis er von der Rolltreppe nach unten getragen wurde. Nach Neuss, zum Swiss Hotel, sagte Viktor zum Taxifahrer und zog ein kleines Messer aus der Tasche, mit dem er sich die Fingernägel reinigte. Sophia saß auf einer Parkbank an der Rheinuferpromenade und trank gierig aus der Wasserflasche. Zehn Kilometer schaffte sie relativ mühelos. Der Arzt in Frankfurt hatte ihr dringend abgeraten, weiterhin für den nächsten Marathon zu trainieren. Nach den Strapazen in Frankfurt benötige ihr Körper eine Pause. Doch sie achtete nicht auf den Rat. Düsseldorf schlief noch an diesem Sonntagmorgen, der angenehm kühl war, Nachdem ein Gewitter den Nordwind durch die Stadt gejagt und der massive Regen den Asphalt abgekühlt hatte, so verregnet der Sommer begonnen hatte, so pünktlich zeigte er sich zur Fußball-Weltmeisterschaft von seiner besten und heißesten Seite. Sie goss sich ein wenig Wasser über den Kopf und zog eine leichte Jacke und Henri's schwarzes Notizbuch aus ihrem Rucksack. Seine Schrift ließ sich nur schwer entziffern. Trotzdem wusste sie nun erheblich mehr über seine Gewohnheiten als nur das, was Holger Edler ihr erzählt hatte. Das Leben des gutaussehenden Kommissars mit den stechend blauen Augen spielte sich auf einer Art Halbkreis innerhalb der Stadt Düsseldorf ab. Es begann in der Bolkerstraße bei Schumacher Alt, führte über den Stammtisch beim Uhrigen, dem bekanntesten Düsseldorfer Bierlokal, und die Hohe Straße, wo er im Haus seiner ehemaligen Schwiegermutter lebte dann über das Apollo-Varieté zum Polizeipräsidium und zur Hafenmeile mit Roberts Bistrot, vorbei an Anstaltswohnung Wohnung in der Erftstraße bis schließlich nach Kappes Hamm, dem bäuerlichen Stadtteil inmitten von Feldern, wo seine Ex-Frau und die vier Töchter lebten. Das Notizbuch vermittelte Sophia auch eine Idee davon, wie Henri's Team funktionierte. Allerdings war jeder Knotenpunkt der Zeichnung mit unverständlichen Kürzeln und Piktogrammen versehen. Dennoch verstand Sophia genug, um zu ahnen, dass er mit Kontakten arbeitete, die eindeutig nicht zum Polizeiapparat gehörten. Eine ihr willkommene Schwachstelle. Außerdem hatte sie schon beschlossen, die Datenbanken von Bernd Albrecht zu finden, denn es waren bestimmt einige Illegale dabei, von denen Laval sicher wusste. Der ruppige Alex Sanders, Führte Laval offenbar sicher durch das Netzwerk der alteingesessenen Düsseldorfer Familien und deren angeheirateten Geldadel. Außerdem verfügte Sanders als Mitglied der Düsseldorfer Jonges über eine Informationsbörse, die kontinuierlich von 2700 männlichen Mitgliedern gefüttert wurde. Die Gräfin besaß ausgezeichnete Kontakte zu den renommiertesten psychiatrischen Kliniken und galt unter Rechtsmedizinern als extrem pingelig und versiert. Zorro Uhlmann war ein anerkannter Kriminaltechniker, den seine Fähigkeiten längst an das BKA Wiesbaden gebracht hätten, wäre er nicht so mit dem Rheinland verbunden. Und Zack, dachte Sophia, kannte sich mit den internen Strukturen besser aus als erlaubt, aber die war ja weg. Jedenfalls, so resümierte Sophia, konnte mit so einem Team und solchen Mitteln jeder Depp die kniffligsten Mordfälle lösen. Laval selbst war also gar nicht brillant, nur die Zusammensetzung seines Umfelds. Ihre Kollegen beim LKA Hessen hatten sie mitleidig angesehen, als sie von Düsseldorf erzählt hatte. Vom LKA führte der logische Weg ins BKA und nicht zurück in die Provinz des Rheinlandes. Es sei denn. Dann hatte Holger Edler angerufen Wenn sie das Problem mit dem enfant terrible, sprich Laval, lösen würde, könnte sie seine Stelle haben. Und sitze ich erst auf Lavalls Sessel, dachte Sophia lächelnd, dann bin ich die Leiterin einer der erfolgreichsten Abteilungen, die die deutsche Polizei im Moment zu bieten hat. Sophia klappte das Büchlein zu und dehnte ihre Beine. Sie wollte unbedingt herausfinden, wer sich hinter dem Pressekontakt verbarg. Als sie die entsprechende Telefonnummer aus dem Notizbuch gewählt hatte, meldete sich ein Redakteur des Tages- und Nachtkuriers mit Namen Peter Bauer und informierte sie darüber, dass dieser Anschluss seit über einem Jahr zu seinem Büro gehöre und nein, er kenne keinen Laval. Er betreue das Ressort Kühlklatsch, Insider-Tratsch über C- und Z-Promis. In gemächlichem Tempo machte Sophia sich auf zum Fürstenwall. Du toller Laval sagte sie, ich krieg dich schon. Und wenn ich dich abknallen muss. Sie lachte aus vollem Herzen und legte siegessicher einen kurzen Sprint ein. Christa und Alberta saßen ohne Kopfschmerzen am Frühstückstisch in Henriettes Wohnküche. Trink fest, bemerkte Henriette. Kein Wunder bei deinen Genen, erwiderte Henri. Die Mädchen fielen hemmungslos über das Frühstück her, das sich so herrlich von dem Müsli ihrer Mutter Lisa unterschied. Anne, die mit ihrer Freundin Marie zum Brunch verabredet war, trank nur schwarzen Kaffee. Henri und sie hatten bis morgens geredet, und sie glaubte ihm, dass er nicht mit Sophia geschlafen hatte. Anne stellte ihre Kaffeetasse ab und kam noch einmal auf das Thema von letzter Nacht zurück. Ich verstehe ja gut, dass du dich auf den Mordfall konzentrierst. Gleichzeitig darfst du Sophia aber nicht aus den Augen lassen. Ich habe für solche Ränkelschmiede keine Zeit und keine Lust, antwortete Henri gereizt. Das sagst du immer, mischte Henriette sich ein, die am Herd stand und Schokolade für die zweite Runde Kakao schmolz. Und jetzt schau mal, wer dir vor die Nase gesetzt wurde. Heute Abend sind die ersten 48 Stunden um und wir haben keinen Hauptverdächtigen. Nicht einmal irgendeinen Verdächtigen. Anlegte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm. Du musst deinen Feind kennenlernen, sonst kannst du ihn nicht besiegen. Das gilt für Mörder und für Jobjäger. Du wirst ihr ein bisschen entgegengehen. Sie ist eine Frau. Also gib ihr das Gefühl, eine tolle Frau zu sein. Zeig dich interessiert an ihren Gedanken. Heuchle Verständnis für die Situation von Frauen in Polizeiberufen. Wie soll das gehen? »Indem du ihr sagst, dass du ihr genau das nicht unterstellst, was du ihr als erstes unterjubeln wolltest, nämlich, dass sie sich nach oben geschlafen hat.« Henriette kam mit dem dampfenden Topf zurück an den Tisch und füllte die Tassen der Mädchen. »Hast du nicht behauptet, Frauen könnten nicht strategisch denken?« »Logisch denken«, korrigierte Henri sie. »Und diese Strategie entbehrt jeder Logik.« »Wetten das nicht?« Logik bedeutet manchmal, um die Ecke zu denken, angrinste ihn an. Versuche es wenigstens. Lobe ihre Kompetenz und ihre Intelligenz und schenke ihrer Figur ein paar knisternde Blicke. Sie nahm ihre Tasche von der Bank und stand auf. Mein Taxi ist jeden Moment da. Sie verabschiedete sich mit einem Zwinkern von Alberta und Christa und dankte Henriette für den Kaffee. Henri brachte sie nach draußen. Wann fliegst du zurück nach Berlin? Wenn du willst, erst morgen früh. Er schloss sie in die Arme. Unbedingt. Kannst du gegen 18 Uhr ins Apollo kommen? Dann bin ich mit den Befragungen fertig und wir hätten noch ein wenig Zeit für uns allein. Sie befreite sich aus seiner Umarmung. Wie meinst du das? Allein. Henri verzog seinen Mund zu einem breiten Lächeln. Das hast du dir selbst eingebrockt. Als du duschen warst, haben sie mich gefragt, ob sie den Tag mit dir verbringen könnten. Bewahre! rief Ann aus. Hinter ihnen auf der Straße hielt ein Taxi. Der Fahrer ließ das Fenster herunter und fragte, »Haben Sie bestellt?« »Ja.« Henri ging einen Schritt näher. »Wieso fahren Sie mit der schwarzen Schleife an der Antenne? Ist einer überfallen worden?« »Nein, kein Überfall. Sie haben meinen Kollegen, Jannes Mühlensiebten, in seinem Taxi am Rheinufer auf der Neusser Seite gefunden. Herzversagen, obwohl der Kern gesund war. Na ja, so kann es gehen.« Schönen Tag noch. Das Fenster surrte hoch, Anstieg ein und Henri ging zurück ins Haus. Fertig? Wie auf Kommando zogen seine Töchter Listen aus der Tasche. Henri seufzte. Gut. Fahren wir in die Höhle des Löwen. Kein Wort über den Champagner, klar? Sie nickten verschwörerisch. Für nächstes Wochenende, Chris, organisierst du, weil du ja fast volljährig bist, euren Umzug. »Ich frage Alex, ob er uns seine Familienkutsche leiht.« Im Stillen hoffte er, dass sie nach einer Woche bei ihm die Nase voll hätten. Auf dem Weg nach Hamm fragte er nach, ob sie ganz sicher seien. Schließlich wohnten ihre Freundinnen in Hamm. Dann war da der weite Schulweg. Niemand würde die Wäsche waschen. Doch egal, was ihm einfiel, sie blieben entschlossen. Henri brauchte einen Moment, bis er sich an die Dunkelheit im Parkett gewöhnt hatte. Er wunderte sich, die Artisten bei den Proben zu finden. Walter trat zu ihm, zwirbelte seinen Dalibat und sagte »Schöner Mist! Olga ist anscheinend doch ernsthafter krank. Jetzt müssen wir für die letzten Tage die Show umbauen.« In einer Ecke jonglierte Victor, gegenüber probte das Duo Antiqua, neben ihnen balancierte Putian. »Tun die eigentlich nie etwas anderes?« wunderte sich Henri. »Selten.« Außer bei den Komödianten unter ihnen ist ihre größte Angst jede Art von körperlicher Verletzung. Deshalb proben sie lieber, als Fußball spielen zu gehen, Rad zu fahren oder Tennis zu spielen. Grippe, Magen-Darm-Geschichten, das macht ihnen nichts. Damit können sie auftreten. Aber nicht mit einem gebrochenen Handgelenk. Auf der Bühne fluchte Amer im schönsten Straßenfranzösisch. Der Regisseur, ein Abgesandter von Bernhard Paul, stritt mit Thomas, dem Konferencier. Was ist mit Olga? angeblich nur der Kreislauf. Sie wollte nicht zum Arzt. Wo sind die Cats? Zu Hause am Graf Adolf Platz. Henri verließ den Zuschauerraum und rief Alex an. Bist du schon unterwegs? Gut. Dann fahr bitte am Künstlerhaus vorbei, bring diesen André hierher und erkundige dich nach Olga. Ich will wissen, was mit ihr nicht stimmt. Bis gleich. Walter hatte ihm den Tisch in der letzten Reihe hergerichtet und als Henri zurückkam, saß Viktor dort. Sein Gesicht glänzte, er hatte sich ein Handtuch um die Schulter gelegt. Da Viktor ein passables Englisch sprach, brauchte Henri für ihn keinen Dolmetscher. Also, von Anfang an, du hast am Freitagabend deine Pause mit den Cats verbracht, richtig? Ja. Viktor wischte sich mit einer lässigen Geste den Schweiß vom Gesicht. Seine schwarzen, dichten Haare klebten an der Stirn. Er war siebzehn, hatte eine jungenhafte und sehr sinnliche Ausstrahlung. In Victors dunklen Augen konnte Henri nichts lesen. Er wusste, dass dieser im Zirkuswagen aufgewachsene Junge ganz andere Erfahrungen hinter sich hatte als ein 17-Jähriger aus der Stadt. Von Walter kannte er die fundierte Ausbildung der Zirkuskinder. Tanzen, mindestens ein Musikinstrument, Tierdressur, Reiten, Zelte reparieren und Kostüme nähen. Die Sprachen der verschiedenen Länder, in denen sie gastierten, lernten sie nebenher. Und wenn es sich ergab, lernten sie in den jeweiligen Schulen auch andere Sachen. Wir verbringen immer die Pause miteinander. Wir kommen ja alle aus einer großen Familie. Victor lachte schelmisch. Bist du Antonio Nunez vorher irgendwo begegnet? Nein, ich bin das erste Mal in Deutschland. In Frankreich oder England? Auf Victor's Gesicht erschien ein Ausdruck, als täte es ihm schrecklich leid, dass er wiederholt nur mit Nein antworten konnte. Hast du irgendeinen Streit mitbekommen? Nein. Antonio war sehr lieb. Er hat sich gut um uns gekümmert. Ich glaube nicht, dass es einer von uns war. Warum nicht? Viktor wischte mit dem Handtuch über seine Stirn. Wir sind aufeinander angewiesen. Solange uns keiner eine Nummer klaut oder bei den Duos den Partner ausspannt, vertragen wir uns. Was meinst du mit Nummer klauen? hakte Henri nach. Zum Beispiel ich ich bin jung und sehr schnell, aber es gibt andere, die sind auch schnell, und ich werde älter und langsamer. Deshalb lasse ich mir etwas anderes einfallen. So wie Putian, jonglieren und was dabei. Es braucht Zeit, um sowas zu lernen. Wir üben alle unsere neuen Nummern nur im Verborgenen, damit es keiner sieht. Sind wir erst damit aufgetreten, weiß jeder, dass es unsere Nummer ist, und will jemand die nachmachen, braucht er Zeit, um sie zu lernen. Er kann es nicht aufholen, denn bis er es kann, sind wir besser. Den Cats wurde vor vier Jahren ihre Nummer geklaut. Sie haben sie schnell umgebaut. Olga war unten. Das macht denen unter den Hand auf Hand Akrobaten so schnell keiner nach. Henri gestand sich wieder einmal ein, wie wenig er über die Welt der Artisten wusste. Wie fremd sie ihm in ihrem Denken und Handeln waren. Olga und André. Was ist mit denen? »Geplänkel. Die bleiben am Ende aber immer zusammen. Die lieben sich. Und ihr Markenzeichen, dass Olga unten ist und den Mann stützt, das macht die Katz zu einem Verkaufsschlager.« Henri erinnerte sich, dass ihr Auftritt so von Erotik durchzogen war, dass man sich als Zuschauer die beiden tatsächlich nur als Liebespaar vorstellen konnte. In diesem Moment donnerte Alex zur Tür herein. Der Regisseur herrschte ihn an. »Ruhe, Herrgott, noch mal!« Victor, kommst du bitte? Sie sind weg. Alex war rot vor Zorn. Wer ist weg? Die Cats. Weg, spurlos, Zimmer leer, kein Gepäck, keine Postkarte, kein Nachsendeantrag. Ich habe Zorro hingeschickt. Scheiße, fluchte Henri und brüllte. Walter! Der Regisseur wollte gerade ausholen, doch Henri kam ihm zuvor. Sie halten die Luft an. Wer von Ihnen weiß, dass die Cats abgereist sind? Ratlose Mienen starrten von der Bühne auf ihn herunter. Henri beobachtete sie genau. Keiner tauschte einen versteckten Blick mit den Kollegen aus. 95 Prozent unserer Kommunikation geschieht nonverbal, dachte Henri. Unser Körper sendet Signale, die wir nicht kontrollieren können. Und diese Menschen da oben auf der Bühne beherrschen genau das, die Körpersprache. Wir müssen die Proben kurz unterbrechen. Kommen Sie bitte zu mir herunter. Walter, wo ist der Manager der Mongolinnen? In Paris. Henri schloss einen Moment die Augen, um den aufkeimenden Zorn zu besänftigen. Sie hatten noch immer keinen Dolmetscher für Mongolisch gefunden. Er rief seine Freundin an. An? Bist du mit Marie unterwegs? Ja, wir sind ganz in deiner Nähe, auf der Hafenmeile. Gibst du mir sie bitte? Hallo, Kommissar. Hier ist Marie. Marie. Kannst du bitte ins Apollo kommen? Ich habe ein Kommunikationsproblem mit drei Mongolinnen. Ist ja nett, dass du mich so einschätzt, aber meine Sprachfähigkeiten reichen nicht bis nach Ulan Bator. Dort spricht man nämlich Kalkamongolisch mongolisch oder Kasachisch, was manchmal wie Russisch klingt, aber keines ist. Kommst du bitte trotzdem? Die haben vier Jahre in Moskau gearbeitet, da sollte etwas Russisch hängen geblieben sein. Bin in zehn Minuten da. Walter winkte Henri zu sich. Ich habe die Geschäftsführung angerufen. Das war nicht abgesprochen. Die Cats sind sogar ohne Gage abgereist. Walter ließ diese Informationen einen Moment sacken und fragte schließlich, könnte es nicht André gewesen sein? Olga hat am Anfang ganz schön mit Nunez geflirtet. Wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Olga flirtet mit jedem. Sie ist eine attraktive Frau und sie wollte André ärgern, wegen der kleinen Römerin. Das habe ich nicht ernst genommen. Angeblich hatte sie was mit einem der Jungs von der Bühnentechnik. Und was ich von Nunes halte, weißt du. Henri machte eine wegwerfende Geste mit der Hand und dachte, wenn es wirklich dieser André war, ist er wunderbar aus dem Schneider. Die Artisten leben in einem engen Netzwerk. Wenn er es war, wird er dafür bezahlen. Was willst du damit andeuten? Soll ich die Ermittlung einstellen, weil die es schon selbst regeln? Henri fuhr sich durch die schwarzen Haare, die Zornesfalte auf der Stirn vertiefte sich merklich. Ich sag dir was, Walter. Trotz ihrer möglicherweise eigenen Gesetze leben auch Artisten nicht in einer rechtsfreien Zone. Gemach, Henri. Ich wollte dir nur die Sorge nehmen, André könnte entkommen sein, beschwichtigte Walter. Haben die einen Agenten in Deutschland? Nein, in Moskau. Der spricht sogar gut Deutsch. Wenn du willst, gebe ich dir gleich die Telefonnummer. Henri ging zu den wartenden Artisten. Der Regisseur fixierte ihn durch seine schwarz umrandete Brille. Sein dunkler Anzug war maßgeschneidert, das erkannte Henri sofort. Er spielte lässig mit dem Autoschlüssel seines kleinen Ferrari, der draußen vor der Tür stand. Diese Mordermittlungen interessierten ihn nicht im geringsten. The show must go on. So war es üblich in Artistenkreisen. Die Tür ging auf und Marie von der Weide kam herein. Sie war klein, filigran und strahlte eine charismatische Autorität aus. Die roten Haare hatte sie mit einem kupferfarbenen Band umwickelt. Henri kannte nur drei Frauen, die derart kurze Kleider oder Röcke trugen. Anne, Marie und seine Tochter Christa. Mit wohldosiertem Hüftschwung kam Marie vor zur Bühne, küsste Henri auf beide Wangen und raunte ihm zu. Anne, wartet oben. Marie drängte sich zwischen die drei Mongolinnen, überprüfte kurz, wie es mit deren Russisch bestellt war, und gab Henri ein Zeichen, dass er anfangen könne. Seit wann ging es Olga nicht mehr gut? stellte Henri die erste Frage in den Raum. Hier, déjà. Pendant l'après-midi, elle était très, très malade, rief Amer aus. Würden Sie bitte, damit alle anderen es verstehen, Englisch sprechen? sagte Henri ärgerlich. Bien sûr, Monsieur le Commissaire. Amer setzte sich gerade hin. Gab seinem Gesicht einen sehr ernsten Ausdruck und sagte auf Englisch: Gestern am Nachmittag war Olga sehr krank. Er blickte Henri mit bittender Miene an, die ein Lächeln verbarg. Gut so. Was heißt das? Was hatte sie? Henri hörte das melodische Murmeln, mit dem Marie den Mongolinnen seine Worte ins Russische übersetzte. Viktor hatte sich in die Gruppe gedrängt und lauschte, als ob er dadurch besser verstünde. Ihr Kreislauf, sagte Marie laut. Sie hatte starke Kreislaufprobleme, Schwindel und Übelkeit. Sie glaubte, mischte Victor sich ein, es sei eine normale Grippe, deshalb wollte sie abends auftreten. Und warum ist sie nicht aufgetreten? fragte Henri weiter. Es wurde nicht besser, sagte Thomas, und Pantomime Amer bestätigte das mit so trauriger Miene, als würde er gerade das Unglück von Olga in sich aufkeimen lassen. Henri verspürte den starken Reflex Amer zu Ohrfeigen. Ich möchte von jedem Einzelnen wissen, wann er Olga und André zuletzt gesehen hat. Gestern in der Pause, sagte Viktor. Danach ist sie nach Hause gefahren. Das Duo Antiqua, das ursprünglich aus Neuseeland stammte und nach vielen Jahren in Australien erstmals den Sprung nach Europa geschafft hatte, behauptete, Olga zuletzt am Freitag in der Show gesehen zu haben. Nein. Ich habe gar nichts gesehen, sagte Putian. Niemanden. Ist denn schon wieder jemand tot? Selbst wenn er saß, ließ er kleine Bälle kreisen. Die Gelenke dürfen nicht kalt werden, hatte Walter Henri vor langer Zeit erklärt, als der Kommissar Artisten noch für den besseren Teil der Menschheit gehalten hatte. André war um Mitternacht bei mir, sagte Thomas. Er wollte ein Mittel gegen Schmerzen. Ich gab es ihm und er ging. Stimmt! Rief Amer aus, stach einen Zeigefinger in die Luft und gab seinem Gesicht einen kindlich glücklichen Ausdruck. Das habe ich gehört! Ich wohne neben Thomas! Ich habe es genau gehört! Und danach, heute Morgen? Henri bezweifelte, dass sie nichts wussten, obwohl die auf Kommando aufgesetzten ratlosen Gesichter aus sechs Nationen ihn genau das Glauben machen sollten. Sophia beobachtete An Stahl, die an einem der Tische des Apollo-Restaurants direkt an der Glasfront mit Blick auf den Rhein saß. An Stahl genoss allerdings nicht die Aussicht auf den gewaltigen Strom, sondern starrte konzentriert auf den kleinen Bildschirm ihres Laptops. Neben dem halbleeren Teeglas lagen verschiedene Papiere mit Zahlenkolonnen. Ihre kurzen schwarzen Haare hatte sie mit einem grauen Tuch aus der Stirn gebunden. Das Kleid, in demselben Grauton, war eng, aus Seide, und so kurz wie Sophia es sich nie trauen würde. Sie hatte reichlich über Anstahl im Internet gefunden und sich deshalb nicht gewundert, dass henrys Freundin gestern so cool über ihren Auftritt hinweggegangen war. Sie war die Hauptverdächtige in einem Mordfall gewesen und dabei beinahe selbst umgekommen. Es gab zahllose Zeitschriftenartikel über die Karrierefrau, je nach Ausrichtung des Blatts Häme und böse Worte über ihre Kinderlosigkeit oder überzogenes Lob für ihr Selbstbewusstsein. Ihre Zielorientiertheit. Immer aber war zwischen den Zeilen der Respekt herauszulesen und vielleicht, so hatte Sophia angenommen, auch die Sorge, sich mit Anstahl, der nachgesagt wurde, sie gehe, wenn nötig, auch über Leichen, lieber nicht zu offensichtlich anzulegen. Darf ich? fragte Sophia, während sie ihre linke Hand auf die Lehne des Stuhls legte, der Anstahl gegenüberstand. Diese schaute irritiert hoch. Klappte mechanisch ihren Laptop zu und schob die Papiere auf dem Tisch zusammen. Bitte. Sie reichte Henri's neuer Chef in die Hand. Ich bin übrigens An Stahl. Sophia Minokuglu. Ich wollte mich für gestern Abend entschuldigen. Ich wusste nicht, dass Sie Henri's Freundin sind. Es tut mir sehr leid. Sie setzte sich. ann sah sie einen Moment unverwandt an und antwortete mit einem ironischen Ton in der Stimme: Das muss es nicht. Es war immerhin einen Versuch wert. Sophia zögerte, sie hatte sich gut vorbereitet. Ich verstehe Ihre Reaktion. Als es mir das erste Mal passiert ist, wollte ich es auch nicht wahrhaben. Als Ihnen was passiert ist. Dass mein Freund mich betrogen hat, meine ich. Interessant, sagte Angedehnt und stützte ihr Kinn auf die rechte Hand. Erzählen Sie mal. Gleichzeitig tippte sie unter dem Tisch eine SMS an Marie mit dem Text, Athen im Anflug. Marie würde verstehen, wie das gemeint war. Das ginge zu weit, antwortete Sophia und senkte verschämt den Blick. Ann nippte an ihrem kalten Tee und dachte: Die trägt die selbstverständliche Weiblichkeit von Frauen zur Schau, die Magersucht nicht kennen, knallhart sein können und bei Bedarf so wie jetzt das Weibchen spielen. Sie lächelte maliziös, bemerkte ein leichtes Zittern von Sophias Händen und sagte: Wieso? Sie haben angeblich Freitagnacht mit meinem Partner geschlafen, und das ging Ihnen auch nicht so weit. Sophia hielt ihren Blick auf den Boden geheftet. Es ist mir alles wahnsinnig peinlich. Nur Henri hat es ziemlich ausgenutzt, dass ich so viel getrunken hatte. Ich hätte das nicht von ihm gedacht. Zu ihrer Verwunderung lachte Anstahl laut auf. Sie glauben mir nicht, sagte Sophia und andachte. Wow, sie macht das richtig gut. Nein, und soll ich Ihnen sagen, warum? Sophia blickte hoch und anerkannte das aufkeimende Interesse in ihren Augen. Ich habe die Nacht davor mit ihm verbracht, und wir haben so dermaßen gevögelt, dass es mich sehr wundern würde, wenn er Freitagnacht schon wieder einen hochbekommen hätte. Und wenn, wäre es sehr schmerzvoll gewesen, denn er war noch letzte Nacht so wund, dass ich ihn nicht verführen konnte. Bevor Sophia sich von den Worten erholen und etwas erwidern konnte, wechselte ihr gegenüber das Thema. Davon abgesehen hat Henri mir letzte Nacht erzählt, dass er große Stücke auf sie hält. Er hat sogar ein paar Kollegen zurechtgewiesen, die spitze Bemerkungen losgelassen haben. Er sagte, Sie seien überhaupt nicht der Typ Frau, der es nötig hat, sich nach oben zu schlafen oder der Beziehungen braucht. Tja, er meinte sogar, Sie seien eine echte Bereicherung für das Team. Als Sophia das Parkett betrat, bemerkte Henri sofort, dass sich etwas an ihrem Auftreten geändert hatte. Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, dass Marie aus der Tür auf der anderen Seite des Parketts huschte und brummte Gutes Timing. Denn bestimmt hätte Sophia es nicht gut geheißen, dass er Marie von der Weide in seine Ermittlungen einbezog. Sie war nicht von der Regierung vereidigt. Auf der Bühne gingen die Proben weiter. Die Show brauchte wegen des Ausfalls von André und Olga ein neues Finale. Henri winkte Sophia zu sich und berichtete, was sie erfahren hatten. So gut wie nichts. Wir wissen nicht, wohin die Cats gefahren sind, nicht unter welchem Namen und auch nicht mit welchem Verkehrsmittel. Es kommt mir vor, als wäre diese Szene der ewig Reisenden der letzte rechtsfreie Raum in Deutschland, fuhr Alex fort. Walter trat an den Tisch und reichte Henri einen Zettel. Die Telefonnummer des Agenten. Er sollte wissen, wo die Cats stecken. Bestimmt ist er morgen erreichbar. Wenn du mich nicht mehr brauchst, würde ich gern gehen. "Setz dich einen Moment", sagte Henri und fragte: "Wann hast du die Cats zuletzt gesehen?" "Gestern in der Pause. Die Nachricht, dass sie nicht auftreten können, kam unerwartet und wir mussten uns schnell was einfallen lassen. Sie sind erst nach der Pause weg, weil es keiner vom Publikum sehen sollte." Ich habe André um Mitternacht angerufen, um zu hören, ob Olga heute Abend auftreten kann. Als er verneinte, haben wir die anderen über die Proben für heute informiert. Moment. Du hast André angerufen? Hat er ein deutsches Handy? Ja, so eine Prepaid-Kiste. Walter schob seine Brille hoch und tippte auf seinem Handy herum. Hier, hast du was zu schreiben? Henri kramte erst in der Innentasche seines Jacketts, schließlich durchwühlte er die Außentaschen. Suchst du was? fragte Alex. Ja. Mein Notizbuch. Ob ich es im Büro vergessen habe? Das passierte ihm selten. Sophia reichte Henri einen Zettel und er notierte die Nummer. Walter verabschiedete sich. Bernd, Henri hier. Ich gebe dir jetzt eine Handynummer, und du findest bitte heraus, wo sich dieses kleine Telefon aufhält. Bis morgen. Er durchsuchte erneut seine Taschen. Wie machen wir weiter? fragte Sophia. Morgen um halb neun. Dann liegen uns einige Ergebnisse vor, die uns hoffentlich weiterbringen. Am liebsten würde ich jeden einzelnen Artisten überwachen lassen. Ein bisschen spät, oder? bemerkte Alex. Glaubst du, die Cats haben etwas mit dem toten Nunez zu tun? Zumindest, mischte Sophia sich ein, machen sie sich mit dem überstürzten Abflug sehr verdächtig. Okay, sagte Henri und stand auf. Wir sehen uns morgen früh. Beide folgten ihm die Steintreppe hinauf ins Foyer. Laute Tangomusik schallte ihnen entgegen. Das Restaurantpersonal baute gerade die Tische zu zwei großen Tafeln um, denn heute Abend, das wusste Henri von Walter, war die Belegschaft eines Stromkonzerns im Apollo. Geschlossene Gesellschaft. Auf der freigewordenen Fläche tanzte Amer mit Anne Tango. Henri ließ Sophia und Alex stehen, ging auf das Tanzpaar zu und versperrte ihnen den Weg. An, löste sich von Amer, sah Henri an und fragte, als ob nichts wäre: Bist du fertig hier? Richtig. Gut, ich hole meine Tasche. Sie verschwand Richtung Theke. Elle est très belle et très charmante, rief Amer mit verliebtem Gesicht aus und drehte sich alleine weiter. Bouge de là«, antwortete Henri, was so viel bedeutete wie Hau ab, nur dass es auf Französisch weicher klang. Als Anne wieder auftauchte, ergriff er ihr Handgelenk und zog sie hinter sich her. Verdammt, ich ermittle hier in einem Mordfall. Nimmst du das überhaupt ernst? fuhr er sie an, kaum dass sie draußen waren. Der Typ zählt zu den Hauptverdächtigen. Gibt dir das einen Kick, mit möglichen Mördern zu flirten? Er ist ein guter Tänzer, sagte Anne ungerührt. Alex und Sophia konnten nicht hören, was Anne und Henri sagten, doch es war offensichtlich, dass sie stritten. Ich habe ihn von Anfang an gewarnt, dass ein Mann so eine Frau nie allein hat, entschlüpfte es Alex. Aber Henri wusste es ja besser. Er grollte dieser Anstahl immer noch, denn seiner Meinung nach gehörte Henri zu Lisa und den Töchtern. Kann ich sie irgendwo hinfahren? bot er Sophia an. Nein, danke. Ich laufe nach Hause, es ist ja nicht weit. Beide sahen Henri und Anne hinterher. Man konnte erkennen, dass nach wenigen Metern die Spannung von ihnen abfiel. Sie gingen arm in arm weiter. Du darfst auf keinen Fall einen Lachkrampf bekommen, warnte Anne, die sich der Observation durch Sophia und Alex sicher war, und zwickte Henri in den Arm. Warte wenigstens, bis wir in einer Seitenstraße sind. Ihm liefen Lachtränen aus den Augen, aber er riss sich zusammen und sagte: Ich kann nicht glauben, nein, ich will nicht glauben, dass du das zu ihr gesagt hast. Montag, 19. Juni. Auf dem Parkplatz des Polizeipräsidiums hatte Henri überrascht festgestellt, dass auf seinem Flur Licht brannte. Vergangene Woche hätte er auf Zack getippt, die oft früh kam und ein Garant für fertigen Kaffee war. Oben angekommen fand er Bernd in der Küche. Seit sein eigenes Leben eher dem Single-Dasein Bernds glich als dem Familienleben von Alex, hatte sich zwischen ihnen eine Freundschaft angebahnt. Henri baute auf die Loyalität seines gesamten Teams. Keinem vertraute er jedoch so blind wie Bernd. Der schmale und eher unscheinbare Kollege steckte voller Überraschungen und spielte gern den Ahnungslosen. Chef, was hat dich denn so früh aus dem Bett getrieben? An. Bernd reichte Henri einen Becher mit Kaffee. Ich dachte, es wäre genau andersherum. Red Eye Flight. An ist mit der Maschine um zwanzig nach sechs nach Berlin zurück. Ich habe sie zum Flughafen gefahren, und da seit Samstag zwei meiner entzückenden Töchter bei mir wohnen, dachte ich, es sei günstig, ihnen im Bad nicht im Weg zu stehen. Verstehe. Bernd folgte Henri in dessen Büro, schloss die Tür, obwohl sonst noch niemand da war, und sagte ohne Einleitung Jemand hat versucht, an meine Datenbanken zu kommen. Extern oder intern. Henri stellte die Kaffeetasse ab, nahm seinen Laptop aus der Tasche, schob das Netzwerkkabel in die Buchse und startete. Von draußen. Was jedoch nicht heißt, dass es kein Interner war. Es kann nur jemand sein, der sich richtig gut auskennt, weiß, wie man Firewalls überlistet und welche Programme wie verwendet werden, um Passwörter zu knacken. Henri zündete sich eine Zigarette an. Einer von uns? Ja. Oder ein Ex. Erfolgreich? Bernd grinste ihn an. Chef, irgendwann wird sicher der Tag kommen, an dem ich meinen Meister finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass meine Freude, jemanden gefunden zu haben, der besser ist als ich, den Schrecken überwiegen wird, dass jemand meinen Rechner geknackt hat. Nur dieses Mal ist es noch nicht so weit. Zum Glück, dachte Henri erleichtert. Er deckte Bernds permanente Verstöße gegen die einzelnen Gesetze. Heute Morgen war es das Teledienste-Datenschutzgesetz. Keiner hatte den notwendigen Antrag an die Staatsanwaltschaft geschickt, um das Handy von André zu überwachen oder zu orten. Wenn sie etwas als Beweismittel benötigten, stellte normalerweise Zack die Anträge nachträglich und besorgte die Genehmigungen mit dem notwendigen Tempo. Die Handynummer, die du mir gestern durchgegeben hast, hat sich zuletzt gestern Mittag am Berliner Ostbahnhof ins Netz eingebucht. Die letzten zehn Anrufe, verteilt auf eine Woche, gingen alle nach Moskau. Nur eine, die drittletzte Nummer ist eine deutsche Handynummer, die ich noch nicht gefunden habe. Danach ist Schweigen. Sie sind tatsächlich abgehauen. Wahrscheinlich war diese Olga überhaupt nicht krank. Henri hörte Geräusche auf dem Gang. Bernd, kein Wort über deine Datenbanken zu Sophia. Das ist mir schon klar. Soll ich meine Spielwiese nicht mal durchforsten, was ich so über sie finden kann? Henri schüttelte den Kopf. Nein, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Sie hat ja gleich mit offenen Karten gespielt und von dem Kontakt zum Polizeipräsidenten erzählt. Es klopfte. Zack trat ein. Ich halte es nicht aus zu Hause. Sie schickt der Himmel. Innerhalb weniger Minuten hatte Henri sie auf den Stand der Ermittlungen gebracht und ihr die wichtigsten Fakten mitgeteilt. Und meine Kündigung? Das kriegen wir irgendwie hin. Sie sind krank geschrieben, oder? Ich war heute Morgen beim Arzt. Alles in Ordnung. Gut. Wir sehen uns gleich um halb neun zur Teambesprechung. Bernd ging mit ihr hinaus und schloss die Tür. Henri suchte im Schreibtisch nach einem Feuerzeug und fand sein Notizbuch. Er steckte es mechanisch ein und zog es dann langsam wieder aus der Innenseite seines Jacketts. Ermittelte hier womöglich jemand gegen das Team? fragte er sich. Weil er an das Gespräch mit Bernd dachte und felsenfest davon überzeugt war, sein Notizbuch nicht in die Schreibtischschublade gelegt zu haben. Er trug es immer bei sich, holte es nur aus der Tasche, um etwas zu notieren, dann lag es auf dem Schreibtisch, wo er es manchmal vergaß. Es war ein Automatismus, so wie einer nach dem Schlüssel griff, bevor er die Wohnung verließ. Henri sprang auf und lief die Treppe hinunter in den Keller. Mit ein bisschen Glück war Zorro schon da. Im Gegensatz zum Arbeitsbereich der Gräfin herrschte hier ein gut sortiertes Chaos. Nackte Glühbirnen baumelten von der Decke und verliehen dem Raum trotz seiner Unaufgeräumtheit etwas Kaltes. In einer Ecke hinter dem Regal stand ein kleines Sofa. Zorro hatte es eines Tages mitgebracht und gemurmelt Ich kann besser denken, wenn ich liege. Hier hätten wir das Geld, das Sophia jeden Monat bekommt, viel besser investieren können, dachte Henri. Sie träumten gemeinsam von einem großen Archiv. Guten Morgen, der Tag fängt ja vielversprechend an, sagte Zorro gut gelaunt und warf Henri, der die unangezündete Zigarette im Mund hatte, ein Feuerzeug zu. Hier unten galt strengstes Rauchverbot. Es handelt sich tatsächlich um zwei verschiedene Schokoladenkuchen. Der in Nunez Bauch hatte einen sehr viel höheren Schokoladenanteil als der, den du uns von seiner Freundin gebracht hast. Sie könnte durchaus beide gebacken haben. Möglich. Henri ließ sich auf den einzigen freien Stuhl fallen. Und sie hat einen Komplizen, der die beiden Kuchenstücke ausgetauscht hat. Zorro? Hm. Zorro blinzelte in sein Mikroskop und schob ein paar Fasern nebeneinander. Könntest du einen schnellen Blick auf mein Notizbuch werfen? Worum geht es? Erkläre ich dir ein anderes Mal. Ich möchte wissen, ob außen oder innen andere Fingerabdrücke als meine zu finden sind. Zorro blinzelte ihn an und murmelte, Verstehe. Lass es mir mal hier. Heute Abend weißt du mehr. Die Fenster des Konferenzraums standen offen, um vor der großen Hitze, die auch dieser Tag bereithielt, ein wenig Sauerstoff in die Räume zu lassen. Henri blickte hinaus auf den Hinterhof, wo die alten Kastanien gelbe Blätter bekamen. Trotz des vielen Regens zu Anfang des Jahres war die große Trockenheit längst in aller Munde. Sophia erschien als Letzte. Sie braucht diese Auftritte, dachte Henri ärgerlich und ging nach vorn, um für das Team die dürftigen Resultate der Gespräche mit den Artisten zusammenzufassen. Dann berichtete er, dass die Cats verschwunden waren. Anschließend eröffnete er die Besprechung mit den gewohnten Worten Gräfin, darf ich bitten? Dr. Annette Graf stand auf. Sie war für ihre Verhältnisse ungewöhnlich schick gekleidet. Die Haare, die sonst wild abstanden, waren frisiert, und sie hatte eine neue Brille. Ein Mann überlegte Henri. Oder weibliche Konkurrenz im Team? Sie erläuterte allen, was Henri von Zorro wusste, und besprach etwas detaillierter die chemische Zusammensetzung der beiden Schokoladenkuchen. Außerdem kann ich Folgendes über Antonio Nunez sagen. Sie blätterte in ihrem Block und fuhr fort: Der Herr hat gelegentlich Marihuana geraucht. In sehr homöopathischen Dosen. Sein internes Ersatzteillager war nicht vollständig bestückt. Er hatte von Geburt an nur eine Niere. Es gibt keine Operationsnarbe. Gibt es das oft? fragte Bernd. Schwer zu sagen, aber es kommt vor. Viele Menschen mit einer Niere haben nie Beschwerden, sterben an anderen Krankheiten und wenn sie nicht obduziert werden, fällt es niemandem auf. Die eine Niere, Darm, Leber und so weiter ist alles regelrecht, ohne Befund. Er hat ein paar gut verheilte Knochenbrüche, zwei am linken Schienbein, einen am Schlüsselbein und zwei am rechten Handgelenk. Seine Gelenkkapseln sind zum größten Teil überdehnt, haben ihm aber sicher keine Beschwerden gemacht, da er eine sehr gute Muskulatur hatte, um das auszugleichen. Arbeitete er als Artist? fragte sie Henri, der kurz nickte. Gut, somit ist das erklärt. Außerdem hatte er den Mund voll mit bestem Zahngold, Zusammengefasst also ein gut gebauter 49-jähriger Mann, dessen einzige Schwachstelle die Erdnussallergie war. Die Gräfin klappte ihren Block zu und ging zurück zu ihrem Platz. Alex stand auf. Antonio Núñez wurde in Sevilla als drittes von vier Kindern geboren. Von seinen Geschwistern leben noch zwei. Er und Nummer vier, seine erheblich jüngere Schwester Josefa. Sie ist erst 21, haben einen anderen Vater. Moment, unterbrach Sophia skeptisch. Wie alt ist diese Mutter und wann hat sie ihr erstes Kind bekommen? Alex grinste. Es war ihm ähnlich ergangen und er hatte diese Frage auch gestellt. Das erste bekam sie mit 14. Mit 15 ein weiteres, dann starb ihr Mann. Sie heiratete mit 17 zum zweiten Mal und mit 18 bekam sie Antonio. 28 Jahre später folgte Josefa. Eine Nachzüglerin. Und eine ungewöhnlich alte Mutter mit 46 Jahren. Alex schrieb die Zahlen auf die Tafel. Wegen Josefa flog Antonio Nunez regelmäßig nach Sevilla. Sie ist krank. Was, konnte man uns nicht sagen. Susanna wusste es auch nicht genau. Wir haben eine Eingabe gemacht bei der spanischen Polizei, ob es ein Auftragsmord sein könnte, eine Familienfehde oder ähnliches. Wir warten auf Antwort. Aktuell bekannt war nichts, was bedeutet, wir können den Punkt im Moment vernachlässigen. Bis wann wollen die was genaues sagen? fragte Henri nach. Sobald wie möglich. Wir Deutschen haben allerdings nicht das alleinige Recht auf eine unterbesetzte Polizeibehörde. Er räusperte sich und führte den Bericht fort. Seine Telefonanrufe der letzten zehn Tage festnetz und mobil haben wir überprüft. Alles geschäftlich. Nunez hat ein Konto in Deutschland mit 1300 Euro Guthaben. In den letzten vier Wochen keine bemerkenswerten Geldbewegungen. Er hat zudem ein Konto in Spanien mit 20.000 Euro. Interessant ist hierbei, dass er vor zwei Wochen 30.000 Euro abgehoben hat. Bar. Nunez wohnte frei im Künstlerhaus und bekam ein monatliches Salär von 3200 Euro. Er ist ordentlich kranken- und rentenversichert. Eine Lebensversicherung von 75.000 Euro geht an seine kleine Schwester Josepha. Nichts für Susanna? fragte Henri perplex. Nein, sagte Alex. Aber wofür könnte er 30.000 Euro abgehoben haben? Wurde er vielleicht erpresst? dachte Henri laut nach. Ich meine, die Summe ist nicht die Welt, aber auch kein Trinkgeld. Wir müssen seine Freundin danach fragen. Zorro fasste seine Fakten im Sitzen zusammen und empfahl gemeinsam mit der Gräfin eine Durchsuchung der Künstlergarderoben und Wohnungen, denn nur so könnte er die gefundenen Spuren von Fasern und Schminkresten, die er in Nunez Büro sichergestellt hatte, sinnvoll auswerten. Und welcher Staatsanwalt soll das bitte genehmigen, wenn es keinen begründeten Verdachtsmoment gibt? sagte Sophia mit einer gewissen Arroganz in der Stimme. Henri überging diesen Einwand und bat Bernd mit einem warnenden Blick, seine Ergebnisse vorzutragen. Bernd ging nach vorn, schaltete den Beamer ein und zeigte ein Schaubild von allen derzeit im Apollo-Varieté auftretenden Künstlern. Es führten verschiedenfarbige Linien von einem zum anderen. Unsere Herzblätter kennen sich fast alle, sagte Bernd mit einem gewinnenden Lächeln. Selbst unsere schönen Mongolinnen sind keineswegs das erste Mal in Europa, wie uns das Apollo Glauben machen wollte. Die Frauen waren im vergangenen Dezember beim, verzeih mir die Aussprache, Henri, Cirque d'Hiver in Paris. Detailliert vollzog er den Reiseweg jedes Artisten nach und endete mit den Worten, Und Olga soll eine Affäre mit jemandem vom Personal im Apollo haben. Als er fertig war, sagte Sophia anerkennend, Hut ab, wie haben Sie das so zügig herausgefunden? Ich habe mit den Agenten telefoniert, log Bernd zu Henri's Erleichterung und wechselte sofort das Thema. Nur dieses Duo Antiqua scheint wirklich das erste Mal auf europäischem Boden zu stehen. Soll ich da weiter forschen? Nein, entschied Henri. Diese Susanna hat einen entscheidenden Satz gesagt. Artisten haben nicht viel Zeit für Rache, weil sie nie wissen, wann sie einander wiedersehen. Wenn es eine Rachetat ist, kann der Anlass nicht so lange her sein. Er stand auf und ging an die Tafel. Zorro, was hast du mitgebracht? Leider kaum etwas. Das Büro von Nunes wurde selten gereinigt, weil er es nur erlaubte, wenn er selbst dort war. Deshalb haben wir dort von fast allen Mitarbeitern, bis auf ein paar aus der Küche, Fingerabdrücke. Es wäre aber zu gewagt, daraus herleiten zu wollen, wer als Letzter in seinem Büro war. Wir haben keinen Verdächtigen, nur verschwundene Artisten, nämlich die Cats. Die einzige, die von Antonio Nunez' Tod profitiert, ist seine kleine Schwester, und die ist krank und weit weg. Henri schrieb alle Namen nebeneinander auf die Tafel. Ich möchte von jedem ein spontanes Bauchgefühl. Schreibt es auf einen Zettel und gebt ihn mir bitte. Er ging durch den Raum und sammelte die Zettel ein. Nur Sophia hatte nichts geschrieben. Ich finde das albern und unprofessionell, sagte sie. Das macht nichts, antwortete Henri ruhig und ging wieder nach vorn. Bernd hatte den jungen Victor aufgeschrieben. Die Gräfin und Alex die Katz. Zorro Susanna. Er selbst tippte auf Amer. Und doch fühlte es sich für Henri an, als fehle ein wichtiger Name in dieser Liste. Aber welcher? Es klopfte. Henri rief, herein. Und Sophia blieb der Mund offen stehen. Jeder andere im Team lächelte erfreut, denn Zack stand in der Tür. Aus ihrem Turm aus blond gefärbten Haar ragten wie gewohnt mehrere Bleistifte. »Oi, sie hat mich gebeten, so oft bei der Agentur in Moskau anzurufen, bis ich jemanden ans Telefon bekomme.« Sie holte Tiefluft. »Die Cats befinden sich irgendwo im Zug zwischen Warschau und Moskau, wo Andrei mit der vor vier Stunden verstorbenen Olga um 19.25 Uhr eintreffen wird.« Ein lähmendes Schweigen breitete sich aus. Henri stöhnte. Es war genau der Moment gekommen, vor dem er sich seit Freitagabend fürchtete. Die Artisten reisten einfach ab und er hatte keine Handhabe, sie im Land zu halten. Wie soll ich Informationen über die Todesursache erhalten? Wie soll ich André zur Vernehmung nach Deutschland bekommen? Einen Auslieferungsantrag bei der russischen Botschaft stellen? Das ist lächerlich, dachte Henri. Hat der Agent etwas über die Umstände gesagt? fragte Sophia. Nein! Ich soll heute Abend wieder anrufen. Diese neue Wendung untermauert den Verdacht gegen André, fuhr Sophia fort. Alex und die Gräfin nickten. Und wenn ihre Flucht ganz andere Gründe hatte? Nämlich Todesangst? wandte Henri ein und strich seine schwarzen Haare nach hinten. Was ist, wenn der Täter frei herumläuft? André und Olga wähnten sich in Gefahr und sind nicht rechtzeitig geflohen. Henri bat sein Team zu erklären, warum sie wen verdächtigt hatten. Warum verdächtigst du Viktor, Bernd? Weil Viktor Antonio Nunez kannte und behauptete, ihm hier das erste Mal begegnet zu sein. Das finde ich verdächtig. Nicht mehr, nicht weniger. Gräfin? Andrei. Er hatte vorher Kontakt mit Antonio und ist flüchtig. Ja, stimme zu, brummte Alex. Susanna hat den Schokoladenkuchen gebacken, nuschelte Zorro. Und Amer hat den nötigen Wahnsinn, den es für einen Mord braucht, schloss Henri. Er schwieg einen Moment, stand auf und sagte Okay. Wir müssen es wagen, denn uns rennt die Zeit davon. Lassen wir die Mongolinnen, diesen Seiltänzer Putian und den Konferencier Thomas einen Moment aus dem Spiel. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, anders geht es nicht. Sophia, ermitteln Sie mit uns? Das ist nicht meine Aufgabe. Wunderbar antwortete Henri und Sophia zuckte zusammen als hätte er sie geohrfeigt. Gräfin, ich möchte, dass du mit Moskau in Kontakt trittst und etwas über Olgas Todesursache herausfindest. Zorro, du bist beschäftigt mit den Spuren. Bernd, versuch ein wenig mehr über Nunies Familie und deren Traditionen zu finden. Alex, wir fahren zu Susanna und anschließend ins Apollo. Ich will herausfinden, mit wem Olga eine Affäre hatte. Derjenige kann uns sicherlich mehr erzählen. Wir treffen uns um 16 Uhr hier. Danke. Einen Moment, sagte Sophia. Da Frau Zackmann ja zurück ist, möchte ich noch einmal auf die anstehenden Einzelgespräche hinweisen, die organisiert werden müssen, und bitte jeden von Ihnen, eine Liste seiner Tätigkeiten anzufertigen, wie Freitagmorgen besprochen. Henri schlug so hart mit der flachen Hand auf den Tisch, dass selbst Zorro aufschreckte. So langsam kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie unsere Ermittlungen lieber stören, als zum Erfolg beizutragen. Wie war das mit dem operativen Geschäft, aus dem Sie sich nicht ganz heraushalten wollen? Henri baute sich vor Sophia auf. Ich sag' Ihnen was. Da Sie ja sonst nichts zu tun haben, werden Sie Ihre Scheißlisten selbst anfertigen. Am besten, Sie fangen mit der Gräfin an, die hat ein paar Leichen auf dem Sektionstisch. Warum begleiten Sie sie nicht und schreiben mit? Sophia stand auf. Henris Größe von einem Meter siebenundachtzig hatte sie trotz hoher Absätze wenig entgegenzusetzen. Du wirst das bereuen, Henri, sagte sie und versuchte, ihrer Stimme Festigkeit zu geben. Ganz sicher nicht, antwortete er leise. Ich stell dich kalt und krieg deinen Job, verlass dich darauf. Da waren schon ganz andere da. Irgendwann ist immer das erste Mal, erwiderte Sophia. Henri drehte sich zum Team um und sagte, Los geht's, bis heute Nachmittag. Wer sich nicht bis Ende der Woche mit seiner Liste zu einem Termin bei mir meldet, erhält eine Abmahnung wegen Arbeitsverweigerung, forderte Sophia unmissverständlich. Henri hatte kein Wort gesprochen und Alex wartete, bis der Zorn seines Chefs verraucht war. Er sagte auch nichts, als Henri in der zweiten Reihe parkte, um direkt vor dem Haus zu stehen. Sie klingelten und kamen verschwitzt in der Dachwohnung von Antonio Nunes an. Auf dem Tisch stand Eistee, in dem frische Minze und Zitronen schwammen. Susanna saß auf dem niedrigen Sofa unter dem Fenster im Schneidersitz, ihre Haare flossen über den Rücken. Ich habe Sie erwartet, Herr Laval. Warum? fragte Henri Barsch. Buschtrommeln. Gestern hatten Sie keine Lust mehr. Apropos Lust. Wie wir hörten, hatte Ihr Partner sehr wohl die eine oder andere Affäre. Susanna beugte sich leicht nach vorn, so dass sie ihn von unten ansehen konnte. Sind Sie wütend auf mich oder auf eine andere Frau? Nehmen Sie einen Schluck Tee, der kühlt das Gemüt. Und rauchen Sie, wenn es Ihnen damit besser geht. Sie nahm die gleiche Sitzhaltung ein wie am vergangenen Samstag, legte ihren Kopf leicht schräg und fixierte einen Punkt hinter Henri und Alex an der Wand. Vielleicht hat Antonio mit der einen oder anderen Frau geschlafen, das interessiert mich nicht. Kontrolle ist albern. Ist das wichtig für Ihre Ermittlungen? Sehr, mischte Alex sich ein. Alles ist wichtig. Können Sie uns Namen nennen? Susanna teilte den Tee aus. Klickend sprangen die Eiswürfel in die Gläser und ließen sie beschlagen. Nein, ich kenne keinen Namen. Ich habe das nie wissen wollen. Fragen Sie sein Personal im Apollo, die müssten es wissen. Alex ließ das Eis in seinem Glas kreisen. Wie kommt es, dass ich Ihnen nicht glaube? Es ist doch nicht normal, dass einer Frau egal ist, mit wem Ihr Partner schläft. Um diesen Einwand korrekt zu beantworten, Herr Sanders, erläutern Sie mir bitte Ihre Definition von normal. Schluss, sagte Henri und wechselte das Thema. Vor zwei Wochen hat Antonio 30.000 Euro Bargeld von seinem spanischen Konto abgehoben. Wissen Sie davon? Ja, für seine kleine Schwester irgendeine Operation stand an. Henri leerte sein Glas, zündete sich eine Zigarette an und wartete, bis Susanna ihn ansah. Langsam hob sie ihren Blick, lächelte und heftete ihre Augen auf Alex, der sie anblaffte. Was heißt das? Irgendeine Operation. Wissen Sie nichts darüber? Ihre Augen wurden eine Nuance dunkler. Josefa ist ein schreckliches Mädchen. Sie hat immer irgendwas. Kränkelständig, ist quengelig.« Schon vor Jahren habe ich aufgehört zu fragen. Seitdem hatten Antonio und ich keine gemeinsame Kasse mehr. Ihnen ist egal, was aus dem Kind wird? Fragte Alex entsetzt. Ja, antwortete sie heiter. Wie bei Millionen anderer Kinder auch. Oder ist das bei Ihnen anders? Alex ballte seine Faust. Diese Frau machte ihn so wütend, dass er sie am liebsten geohrfeigt hätte. Lag es an ihrer Gleichgültigkeit seiner Schwester gegenüber, dass Antonio sie in keiner Weise berücksichtigt hat und seine Lebensversicherung an seine Schwester geht? fragte Henri. Susanna drehte ihren Kopf und wirkte so überrascht, als habe sie gar nicht erwartet, dass er da wäre. Kann gut sein. Gefallen hat es ihm nicht, antwortete sie bündig. Das stört sie nicht? Nein. Henri drückte die Zigarette aus. Diese Frau war ihm unheimlich. Die sonst so sehr von ihm verehrten Artisten wurden ihm zunehmend suspekt. Er spürte, dass der Mord und das Verschwinden der Cats nichts mit Eifersüchteleien unter Kollegen oder mit geklauten Nummern zu tun hatte. Aber er kam einfach nicht darauf, was es sein konnte. Für das Geld gab es also eine Erklärung, die kranke Schwester. Aber würde die Familie Antonio wegen einer Lebensversicherung umbringen? Sicher nicht. Er hatte sie ja unterstützt. Ihre Freundin, mit der Sie den Freitagabend verbracht haben, wo kann ich die erreichen? Alex hoffte, Susanna wenigstens ein bisschen verunsichern zu können. Abgereist. Wohin? Nach Barcelona. Sie hat dort ein Engagement als Seiltänzerin in einer Nachtbar. Sie spaziert nackt über die Köpfe hinweg, muss keine Kunststücke machen und kassiert sehr viel Geld dafür. Können wir sie erreichen? fragte Henri. Möglich. Er stand auf. Sorgen Sie dafür, dass wir es können. Ich komme morgen wieder. Alex, wir gehen. Danke für den Tee. Möchten Sie nicht ein Stück Kuchen mitnehmen? Henri drehte sich langsam zu Susanna um. Sie saß in dieser ruhigen Haltung im Schneidersitz und bewegte sich nicht. Ihr Gesicht war regungslos. Gern, antwortete er. Gut, ich habe damit gerechnet. Sie finden ein kleines Päckchen neben der Wohnungstür. Einen schönen Tag, die Herren. Eines noch, Susanna. Henri lehnte sich in den Türrahmen. Seit wann wissen Sie, dass die Cats abgereist sind? Seit Sonntagmorgen gegen drei Uhr. Wie bitte? André kam her, um sich von mir zu verabschieden. Sie hätten uns informieren müssen, knurrte Alex. Ist das so? fragte sie überrascht zurück. Henri drückte auf alle Schalter gleichzeitig, so dass synchron die Fenster aufgingen und die Klimaanlage ansprang. Es ist ätzend, sagte Alex. Es ist als ob du in einen Bottich mit frisch gefangenen Fischen greifst und keinen zu fassen kriegst. Ich glaube, ich ändere meine Meinung. Nicht André, sondern diese Susanna sollte unsere Hauptverdächtige sein. Bei der würde ich mich nicht wundern, wenn es ihr zehnter Mord ist. Henri starrte grinsend auf die Windschutzscheibe, denn selten gelang es jemandem Alex so zu ärgern. Er drehte mit dem Wagen quer über den Graf Adolf Platz und fuhr zum Rhein. Den Kuchen bringen wir bei Zorro vorbei sagte Henri. Ich will, dass er untersucht, ob in diesem Kuchen auch Zutaten sind, die in dem vergifteten Kuchen gefunden wurden. Warum hast du ihr eigentlich nicht von Olgas Tod erzählt? Ich wollte vermeiden, dass die Buschtrommeln unserer Befragung im Apollo zuvorkommen. Es kann sein, dass wir den Überraschungseffekt brauchen. Henri parkte unter der Rheinkniebrücke direkt vor dem Apollo Varieté. Eine kleine Gruppe stand vor der Tür und rauchte das sind die Köche, erklärte Henri. Die sind heute auch mit dran. Er zögerte einen Moment, dann fuhr er fort. Alex, was ist, wenn Susanna sich absichtlich verdächtig macht, um von dem wirklichen Täter abzulenken? Ich hasse diesen Fall, sagte Alex mürrisch und stieg aus. Die gesamte Küche roch nach Gelee und Armagnac. In einer Ecke stand ein junges Mädchen, das gekochte Leber durch ein Sieb presste. Wir üben für die Abschlussprüfung, sagte der Meisterkoch, und wenn es gut läuft, kommt Ihre Leberpastete in Armagnac Geli nach der Sommerpause auf die Speisekarte. Könnten Sie bitte alle einen Moment in den Zuschauerraum kommen? bat Henri und ging Richtung Tür. Dort warteten die Mannschaft der Bühnentechnik, das Team der Hotline, die Kartenverkäufer, der Vertrieb für Großkunden und der für die Prominenz, die Pressesprecherin, das Servicepersonal und weiter. Als die über vierzig Personen Platz genommen hatten, ergriff Henri das Wort. Sie sind alle von unseren Kollegen befragt worden. Ihre Alibis wurden überprüft. Keiner der hier Anwesenden ist verdächtig. Ich wende mich an Sie, weil wir Ihre Hilfe brauchen. Alles, und ich meine tatsächlich jede Kleinigkeit, die Ihnen in den letzten Wochen aufgefallen ist, könnte von Bedeutung sein. Genieren Sie sich nicht und vertrauen Sie uns, daß wir im Moment besser beurteilen können als Sie, was wichtig ist und was nicht. Eine kleine dicke Kellnerin kicherte. Henri fuhr herum. Hinter ihm auf der Bühne stand Amer und hatte seine Rede in Pantomime übersetzt. Wenn er es nicht war, dann weiß er zumindest etwas, dachte Henri. Mit einem Sprung landete Amer neben Henri und setzte sich zu Walter. Wer weiß, mit wem hier im Haus Olga von den Cats liiert war. Sie blickten sich ratlos um und wirkten auf Henri wie eine Schulklasse, in der keiner als Petze gelten wollte. Die Situation zerrte an seinen Nerven. Er fixierte Amère und sagte bestimmt Okay, machen wir es andersherum. Wem ist es wichtig, zu Olgas Beerdigung nach Moskau zu fahren? Mit einem lauten Nein sprang Maurice auf. Das ist nicht wahr. Sie lügen. Meine liebe Gesellschaft, Sie können gehen. Bitte denken Sie wieder und wieder darüber nach, was in den letzten Wochen passiert ist und melden Sie sich bei uns. Alex, verteilt bitte unsere Telefonnummer. Maurice, Sie bleiben hier. Henri ging an die Seite, um in die dritte Reihe zu gelangen, wo der Marokkaner Maurice Vécu mit hängenden Schultern am Tisch saß. Sie hatte einen guten Geschmack, dachte Henri. So vornehm die Blässe des attraktiven André war, so dunkel war Maurice' teint. Henri wartete, bis das Paket leer war, blätterte in dem Hefter, den seine Kollegen von der Mordkommission für ihn zusammengestellt hatten, zu Maurice' Seite und hatte mit einem Blick die wesentlichen Daten erfasst. Marokkanischer Staatsbürger, zuerst im Roncalli-Zirkus tätig, seit über zehn Jahren fest angestellt im Apollo, 34 Jahre alt, ledig. Maurice knetete ein kleines rotes mit Spitze besetztes Taschentuch in seinen dunklen Händen. Sie haben das nur gesagt, um mich zu provozieren, stimmt's? Nein, leider nicht. Wir haben die Nachricht heute Morgen erhalten. Wie lange kannten Sie Olga? Tränen flossen über Maurice Gesicht und tropften auf das Taschentuch. Er atmete ein paar Mal tief und sagte, seit der Eröffnung, da waren die Cats das erste Mal hier im Apollo. Lief damals schon etwas zwischen ihnen? Plötzlich sprang Maurice auf, sein Stuhl flog nach hinten und er rannte hinaus. Alex wollte ihn am Ausgang stoppen, aber Henri machte ihm ein Zeichen. Lass ihm ein paar Minuten. Gehen wir nach oben und warten bei einem guten Kaffee, bis er sich beruhigt hat. Im Restaurant setzten sie sich zu Walter an den Tisch, der aus einem großen Glas Milchkaffee trank. Das war nicht besonders fair, sagte er leise. Ich weiß. Manchmal geht es leider nicht anders. Hast du davon gewusst? Nein, ich kümmere mich nicht um diese Geschichten. Ich habe den Eindruck, hier pennt jeder mit jedem, sagte Alex gepresst. Ganz so trivial ist es nichts, antwortete Walter, stand auf und ging. Sie waren zwar beide gut mit Henri befreundet, aber das bedeutete nicht, dass sie sich ebenfalls mochten. Dr. Annette Graf löffelte gerade konzentriert mit einer Kelle den Magen des am Vortag tot aufgefundenen Taxifahrers leer, als es klopfte. Sie prüfte, ob die Menge reichen würde und ließ den Magen zurück in die Plastikschüssel gleiten. Zorro hatte versprochen, sich mit dem Mageninhalt zu beschäftigen, denn es warteten drei weitere Leichen auf sie. In der Annahme, dass er es sei, drückte sie den Türöffner und sagte abgewandt: Die Suppe ist fertig, Mahlzeit. Annette? Oh, entschuldige. Ich dachte, es ist mein Kollege von der Spurensicherung. Was willst du? Meine Liste? Ist noch nicht fertig. Sophia machte eine wegwerfende Geste und trat an den Sektionstisch. Die Lunge ist wunderschön weiß für einen Städter, sagte Annette mit einem Blick in das aufgeklappte Innere des Taxifahrers. Wieder klingelte es. Dieses Mal war es Zorro. Sieht lecker aus. Gibt es was Bestimmtes, wonach ich suchen soll? Ja. Seufzte die Gräfin und klappte den linken Bauchfelllappen wieder über die Körpermitte. Die Todesursache, um ehrlich zu sein. Es gibt überhaupt keine Anzeichen von Gewalt oder Fremdeinwirkung. Sieh dir das Herz an. Ich wüsste nicht, warum der an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben sein sollte. Sicher, es gibt unter ungünstigen Bedingungen Herzanfälle, auch bei gesunden Menschen, aber, Sophia drehte sich leicht weg, als die Gräfin die Leiche mit groben Stichen zunähte kein gift fragte zorro nach nö sei so gut und finde etwas gräfin sagte er liebevoll du weißt doch der tod ist nichts anderes als ein nützliches ableben zugunsten der evolution er nahm den plastikbeutel in dem der mageninhalt des toten hin und her schwappte sicher nur dass es richtig heißt durch planmäßiges altern erfolgt das ableben und der hier sie tippte mit ihrem zeigefinger dem toten auf die nase ist nicht planmäßig gealtert. Zorro ging zur Tür, salutierte und verschwand großlos. Die Gräfin nähte so konzentriert weiter, als habe sie Henri's neue Chefin vergessen. Annette? Ja? Sie sah hoch. Wie lange kennst du Henri Laval schon? Ewig. Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt zehn Jahre oder länger. Worauf willst du hinaus? Sie wusch sich die Hände und nahm die Fräse mit zum Sektionstisch, wo sie das Kabel einsteckte. Kannst du dir vorstellen, dass ihr je eine Frau als Vorgesetzte akzeptieren würde? Sophia stützte sich mit beiden Händen am Tisch auf und fixierte das teigige Gesicht des Toten. Könnte sein. Ja, ich denke schon. Und wenn ich das bin? Ich fürchte, nein. Annette lächelte Sophia entschuldigend an. Noch was? Wenn ich jetzt mit Fräsen anfange, wird es ziemlich laut. Ja. Such die Leiche nach Einstichstellen ab. Das gehört zur Routine, sagte Annette verärgert. Das war keine Kritik. Wir hatten beim LKA mal ein paar Leichen, denen wurde ein hochwirksames Gift mit einer Butterfly-Nadel injiziert. Im Schambereich. Die Einstiche sind manchmal selbst mit einem Mikroskop nur zu erahnen. Dann müsste jemand neben ihm gesessen haben und er hat freiwillig seine Hose heruntergelassen? fragte die Gräfin mit einem ironischen Ton. Sophia grinste. Annette. Auch wenn One-Night-Stands nicht deine Sache sind, so hoffe ich doch, dass du über ein rudimentäres Wissen über Sexualität verfügst. Wenn ich dem Typen fachgerecht einen blase, merkt er den Einstich nicht einmal. Sie klopfte mit der Hand auf den Sektionstisch. Nichts für ungut. Wir sehen uns heute Nachmittag dann verschwand sie. Ratlos blickte die Gräfin ihr nach und fragte sich, wer eigentlich die echte Sophia war. Ihr Verhalten war so widersprüchlich, dass es schlecht zu einem einzelnen Menschen gehören konnte. Vielleicht sogar eine multiple Persönlichkeit, dachte sie und begann mit dem Heraussägen der Hirnplatte. Es klingelte wieder. Zorro. Schon fündig geworden? Nein. Er zückte einen Pinsel und Fingerabdruckpulver. Kannst du mir zeigen, was sie angefasst hat? Annette seufzte, wies auf die Stelle und fräste kopfschüttelnd weiter. Sie mochte Zorro, der mit genau der Portion Sachlichkeit und Humor arbeitete, die ihr entgegenkam. Plötzlich hielt sie inne, legte die Fräse zur Seite und klingelte zack an. Bitte sorgen Sie dafür, auf stillen Wegen, dass das Taxi des tot aufgefundenen Fahrers in die Spurensicherung kommt. Deklarieren Sie es, falls nötig, mal wieder als Stichprobe denn ich kann noch mit keiner Todesursache dienen. Mach ich, antwortete Zack und legte auf. Wie immer würden Sie im gegenseitigen Einverständnis Henri davon erst einmal nichts sagen. Es war ihre Art, ihrem Chef den Rücken frei zu halten und dafür zu sorgen, dass er wirklich nichts übersah. Maurice trat mit verweinten Augen an Henris Tisch. Tut mir leid. Das muss es nicht. Setzen Sie sich. Kaffee? Nein, danke. Er umklammerte das rote Taschentuch mit der linken Hand. Henri sah einen Moment auf den Rhein, sammelte sich und fragte Wenn Olga zur Eröffnung das erste Mal hier war, lief damals schon etwas zwischen Ihnen beiden? Maurice nickte. Was hatten Sie für ein Verhältnis? fragte Alex. Dauergeliebter? Landesgeliebter? Henri seufzte leise. Verschon uns einen Moment mit deiner Vorstellung von Moral, bitte. Dann wandte er sich wieder an Maurice. Erzählen Sie. Als das Apollo wieder eröffnet wurde, sind André und Olga in der ersten Show aufgetreten. Lange bevor Antonio Theaterleiter wurde. André hatte damals eine andere Freundin. Olga war solo. Maurice schwieg einen Moment. Und wunderschön. Wir kamen zusammen. Heimlich. Es ist nicht erwünscht, dass Künstler und Personal sich mischen. Liebschaften während der Spielzeit sind ohnehin schlecht. Warum? fragte Alex. Bei einem Solokünstler ist das nicht so schlimm. Bei einem Duo kann schon mal etwas böse daneben gehen. Deshalb wusste keiner von Olga und mir. Maurice schloss die Augen und presste seine Fäuste dagegen. Nach zwei Monaten reiste sie mit André ab. Sie tourten durch Italien und Frankreich, Russland, Manchmal bekam ich einen Brief von ihr. Vor drei Jahren kehrten sie zurück als Ehepaar. Ich hatte davon gehört, war vorbereitet. Da hatten sie die Nummer schon umgebaut. Olga war zwar kräftiger geworden, trotzdem konnte ich es nicht mit ansehen, wie sie diesen großen, schweren Mann stemmte. Manchmal zitterte sie so sehr, wenn sie André hielt. Er starrte den Kommissar an und sagte hohl: Seitdem hatte sie diese traurigen Augen. Wie bei Tieren nachdem ihnen der eigene Wille gebrochen worden ist. Er schüttelte den Kopf. Wurden Sie wieder ein heimliches Paar? fragte Alex. Ja. Was soll das? Warum heiratet man in Artistenkreisen? Hatten Sie keine moralischen Bedenken? Henri stand auf. Alex, kommst du bitte kurz mit? Als sie im Freien standen, versuchte Henri zu lächeln und sagte Der Abendspielleiter kommt jeden Moment für die zweite Befragung kümmere dich um ihn und ich mache mit Maurice weiter. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich finde, Treue ist was Tolles und Vertrauen ist wichtig. Henri klopfte ihm auf die Schulter. Lass gut sein. Ich weiß, wie sehr dir das gegen den Strich geht. Wir treffen uns gleich hier draußen. Alex setzte sich auf die andere Seite des Restaurants, verschränkte seine Arme und wartete auf den Abendspielleiter, während Henri wieder zurück in den Zuschauerraum ging. Ihr Kollege, hat nie wirklich geliebt, nicht wahr? meinte Maurice. Interessante Überlegung, dachte Henri. Können Sie konkretisieren, was sich an Olga verändert hat? Sie lachte zu laut, weinte sehr schnell und flirtete mit jedem. Schlief sie auch mit anderen Männern? Maurice zuckte mit den Schultern. Ich glaube nicht. Oder sie hat es gut verborgen. Wusste André von ihrem Verhältnis? Damals nicht dieses Mal ja. Offiziell galten sie als getrennt und arbeiteten weiter zusammen. Sollte das so bleiben? Laut André ja, Olga wollte nicht. Sie hatte eine Frau gefunden, mit der sie eine Hand auf Hand Nummer entwickelt hatte. Aha, sagte Henri. Und was hätte das für André bedeutet? Maurice warf seinen Kopf in den Nacken und lachte laut und hässlich. <laughs> Sein aus, weil der Clou weg war. Verstehen Sie? Er ist nicht mehr der Jüngste. Er ist gut, aber es gibt viele gute und jüngere Akrobaten. Für Olga war die Situation eine andere, denn Hand-auf-Hand-Akrobatik mit zwei Frauen ist selten. Und sie hatte irgendwo hier Geld, um die Zeit zu überbrücken, bis die neue Nummer einstudiert wäre. Woher stammte das Geld? Keine Ahnung. Gespart wahrscheinlich. Wenn André sie getötet hat, wandte Henri ein, hat er doch nichts davon. Die Nummer ist auch so kaputt. In Russland denkt man über Artisten ganz anders als hier dort sind das angesehene Künstler. Der Zirkus hat eine tief verwurzelte Tradition. Worauf wollen Sie hinaus? Versuchen Sie mal in Deutschland für einen Artisten eine Risikolebensversicherung, eine Unfall oder Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Er zeigte mit dem Daumen nach unten. In Russland oder der Ukraine hingegen kein Problem. Sie unterstellen, Andrei, dass er Olga erst auf russischen Boden geschleppt und dann ermordet hat. Maurice' Augen verengten sich zu schlitzen. »Genau so!« War es das, wonach er suchte? Ein Geldmord? Aber was hatte das mit Antonio zu tun? Henri wollte sein Notizbuch herausholen, um sich etwas aufzuschreiben. »Mist, das liegt ja bei Zorro«, dachte er dann und nahm die Menükarte. Als er fertig war, fragte er, »Wissen Sie etwas über die Versicherungen?« »Nur, dass André kassiert.« Sie sind ja noch verheiratet. Das verschafft ihm die finanziellen Mittel, sich etwas Neues aufzubauen. Er redete oft davon, sich in eine Artistenschule einzukaufen. Und an Olgas Erspartes kommt er sicher auch irgendwie. Warum der Aufwand, Sie erst nach Moskau zu schaffen? Maurice blickte auf den Rhein und fragte abgewandt. Waren Sie schon einmal in Russland? Nein. Sollte ich vielleicht, um solche Fragen nicht mehr zu stellen. Wann haben Sie Olga zuletzt gesehen? Nach der Pause, kurz vor Ihrem Auftritt am Freitagabend, auf der Treppe von den Garderoben nach oben zur Bühne. Ich habe an diesem Abend Vorhang gemacht. War sie da schon krank? Nein. Deshalb glaube ich es auch nicht. Eine Grippe kommt doch meistens schleppend und nicht so plötzlich. Nach der Vorstellung war sie verschwunden und Andrej war furchtbar wütend darüber. Was er gesagt hat, konnte ich nicht verstehen. Victor hat ihn beruhigt, und Meer ist hochgelaufen, um zu sehen, ob er Olga noch erwischt. Henri stand auf. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Was werden Sie jetzt tun? Mich in den Rhein stürzen. Ich hoffe sehr, Sie meinen das nicht ernst. Maurice schaute zu ihm auf und lächelte in einer Weise, die bei Henri Gänsehaut auslöste. Wissen Sie, ich komme aus einem arabischen Land. Da bringt man sich schon mal um für die Liebe. Tun Sie es nicht, sagte Henri, legte Maurice kurz seine Hand auf die Schulter und ging. Als er nach draußen zu Alex trat, schlug ihm die feuchte Hitze eines herannahenden Gewitters entgegen. Im Schatten unter der Brücke kauerte eine Gruppe Jugendlicher, die sich von ihrem Hockeyspiel erholten. Einem Instinkt folgend ging Henri zu ihnen. Tag zusammen, sagte er und erhielt ein unschlüssiges Gemurmel als Antwort. Henri schmunzelte, als er ihr zögernd verstand. Keine Sorge, es geht nicht um eine Beule in meinem Auto. Ihr spielt hier regelmäßig, ich habe euch auch oft abends gesehen. Wer von euch war letzten Freitagabend hier? Zwei Jungen, deren alter Henri auf 14 oder 15 schätzte, hoben die Hand. Wie heißt ihr? Die beiden stellten sich als Dennis und Frank vor. Henri erklärte ihnen kurz, was sich an dem besagten Abend im Apollo ereignet hatte, und schloss mit der Frage, hat einer von euch jemanden gesehen, der gegen 20.30 Uhr im Apollo herumgelaufen ist oder nach 21 Uhr herausgelaufen kam? Keine Ahnung. Es gibt immer mal einen Gast, der das Apollo vor oder nach der Pause oder kurz vor dem Ende verlässt. Null Plan, ob da einer war am Freitag. Wir haben nur den großen hageren Mann mit diesem Bart gesehen. Der meckert uns immer an und scheucht uns weg. Wo habt ihr ihn gesehen? fragte Alex. Er ging durch das Restaurant, verschwand hinten und kam irgendwann wieder raus. Wisst ihr ungefähr um wie viel Uhr das war? Schulterzuckend sahen sie sich an. Nicht genau. Es war noch keine Pause, weil wir dann auch immer Pause machen wegen der Leute, die rauskommen und nach ihren teuren Schlitten gucken. So lange gehen wir runter an den Rhein, bis die Pause vorbei ist und es war davor. Wie weit davor? insistierte Alex, der Henri gefolgt war. Echt keine Ahnung. Vielleicht eine halbe Stunde. Sonst noch etwas, was anders war als sonst? Ja, sagte Dennis. Die Taxifahrer. Die kommen meistens zehn Minuten vor Ende der Vorstellung, manche früher, damit sie auch sicher einen Gast bekommen. Drei oder vier standen da, plötzlich kam ein Taxi angebraust. Stimmt, rief sein Freund Frank. Wir haben uns total erschrocken, weil der Fahrer echt Gummi gegeben hat. Genau. Und dann kam eine Frau mit dunklen Haaren aus dem Eingang und stieg in dieses Taxi ein, worüber die anderen ziemlich sauer waren. Und? fragte Alex. Nichts? Und das Taxi fuhr weg? Vielen Dank und einen schönen Nachmittag, sagte Henri und ging mit Alex zum Auto. Das wird Olga gewesen sein, brummte Alex. Was ich jedoch nicht verstehe, ist, warum wir den Taxifahrer nicht gefunden haben. Die Taxizentrale hat uns alle Fahrer genannt, die am Freitagabend Apollo-Gäste geladen hatten, inklusive der Adressen, zu denen sie gefahren sind. Da war das Künstlerhaus nicht dabei. Hm, André hat gesagt, sie sei nach Hause gegangen und nicht gefahren, wandte Henri ein. Wer hat dann ein spezielles Taxi für sie bestellt? Henri wurde unbehaglich zumute. Er versuchte sich zu erinnern, ob Walter, der oft geräuschlos verschwand, an diesem Freitagabend unbemerkt den Tisch verlassen hatte. Aber Walter hätte mir doch gesagt, wenn er oben gewesen wäre, und er hätte mir auch gesagt, wenn er Olga ein Extrataxi bestellt hätte, grübelte Henri. Wer weiß, was die Jungs uns da erzählt haben. Das mit Walter kann ja nicht stimmen. Du hast doch gesagt, dass er die ganze Zeit mit bei euch am Tisch gesessen hat. Deine Mädels bestätigen das sicher auch, sagte Alex in seine Gedanken hinein. Walter hätte die Möglichkeit gehabt, das Notfallset genau in den drei Sekunden, die ich später kam, neben die Leiche zu legen, kam es Henri in den Sinn. Er sah die Szene vor seinem geistigen Auge, wie Walter in das Büro hineinging und auf Henri's Zuruf rückwärts wieder herauskam. »Nein, ich glaube auch nicht, dass die Jungs Walter gesehen haben. Nunez war fast so groß wie Walter, das würde sich mit den anderen Aussagen decken, dass Nunez vor der Pause in sein Büro gegangen ist.« und außerdem hätte er dir gesagt, wenn er oben gewesen wäre. Du hast recht, Alex. Henri stieg ein und startete den Motor. Wie war die Befragung mit dem Abendspielleiter? Nicht der Rede wert, sagte Alex. Ich wünschte ehrlich gesagt, dass du an diesem Abend nicht im Apollo gewesen wärst, sondern den Besuch den Kollegen von der Mordkommission überlassen hättest. Nimm es sportlich, sagte Henri lachend. Wir kommen schon dahinter. Er tippte die Telefonnummer der Gräfin in sein Handy. Herr Hauptkommissar, hallo Annette. Wie sieht es mit deinen Russischkenntnissen aus? Null. Verstehe. Setz dich bitte mit Zack in Verbindung. Wenn die heute Abend mit dem Agenten der Cats telefoniert, solltest du am besten dabei sein, um die richtigen Fragen zur Todesursache zu stellen. Könntest du das tun? Sicher. Sobald ich hier mit meinem rätselhaften Taxifahrer Jannes Mühlensiepen durch bin, ein Toter ohne Todesursache. Das ist mir noch nicht untergekommen. Bis gleich bei der Besprechung, sagte Annette und legte auf. Auch nicht besser. Henri erzählte Alex, was die Gräfin gesagt hatte, und fragte, um ihn ein wenig aufzuheitern: Wer spielt heute? Heute Abend spielt Spanien gegen Tunesien. Das werde ich hoffentlich sehen können. Bernd kam ihnen auf dem Parkplatz entgegen. Also meine Datenbanken schweigen. Die Mitarbeiter des Apollo sind alle sauber. Nicht mal einen Punkt in Flensburg habe ich gefunden. Ich habe auch gleich die nächste Sache. Wir brauchen die russischen Lebensversicherungen von Olga. Schaffst du das? fragte Henri. Bernd grinste schief. Sie fuhren gemeinsam im Fahrstuhl zu ihrem Flur. Im Vorbeigehen hörten sie, dass der Polizeipräsident Holger Edler bei Sophia Minokuglu im Büro war. Die aufgeregten Stimmen drangen nur gedämpft auf den Flur. Der ist schon seit einer halben Stunde drin, murmelte Zack, die Henri seine Mappe brachte. Wissen Sie, worum es geht? Mir schwand Übles. Danke. Könnten Sie bitte die Tür schließen? Ich brauche eine kleine Denkpause. Henri öffnete das Fenster, ließ die heiße, schwüle Luft des gewitterschweren Junitages in das stickige Büro, zündete sich eine Zigarette an und beobachtete den Verkehr auf dem Fürstenwall. Ein kleines Auto fuhr mit einer Werbetafel für den Tages- und Nachtkurier auf dem Dach vorbei. Henri schnippte mit den Fingern. Bingo. Er suchte hektisch in seinem Handy die unter J gespeicherte Rufnummer. Joyce Darlington, eine verrückte Zeitungsredakteurin mit Wurzeln in Irland, hatte ihm letztes Jahr einen, wie sie es freundlicherweise bezeichnete, Deal aufgezwungen, um dem Besitzer der Geldermann-Brauerei und Henri's Chef Dr. Paul ihre illegalen Machenschaften nachzuweisen. Zunächst hatte Henri ihr misstraut, sie dann aber zu schätzen gelernt. Tages- und Nachtkurier, Ressort Kühlklatsch, mein Name ist Peter Bauer. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, sagte Henri verwirrt. Ich wollte Joyce Darlington sprechen. Kein Problem. Wen darf ich der Chefredakteurin melden? Laval. Henri hörte der leisen Klaviermusik zu. Ist nicht wahr, mein Lieblingspolizist. Leben Sie noch Laval? Danke der Nachfrage ja. Ich darf gratulieren. Ja, mit einem Jahr Verspätung. Das heißt, die Geldermann-Pahl-Geschichte hat mir genau den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Sie lachte kehlig und fragte aufgekratzt. Was kann ich für Sie tun? Ist Ans Stelle frei geworden? Nein, nach wie vor auf Platz eins. Hut ab, Sie haben Ausdauer und ich Geduld. Also, um welche Schweinerei geht es dieses Mal? Wir sollten uns sehen. Könnten Sie heute Abend gegen 19 Uhr zum Apollo kommen? Oh, Sie wollen mir etwas Exklusives über den toten Frauenhelden Nunes erzählen. Lebendig war er für unser Blatt ergiebiger. Sie lachte wieder. Und wie ich Sie kenne, geschätzter Kommissar, wollen Sie dafür etwas zurück? Genau. Es ist bestimmt interessant für Sie. Bis heute Abend? Yes, Sir. Die geballte, gute Laune von Joyce Darlington hatte ihm gut getan. Die Journalistin sprach Russisch, was ausgezeichnet in seine Pläne passte. Es klopfte, und Zorro kam herein. Er warf gekonnt das Notizbuch, und Henri fing es auf. Wie bist du darauf gekommen? fragte Zorro. Es lag in meiner Schreibtischschublade, wo ich es niemals hinlegen würde. Also? Es wurde gründlich abgewischt. Ich konnte Fasern eines Mikrofasertuches sicherstellen. Außen auf dem Einband waren noch genau vier Fingerabdrücke von dir, die ich ja unten gespeichert habe. Normalerweise hätte es mit deinen Abdrücken zugekleistert sein müssen. Du nimmst es schließlich ständig zur Hand, schiebst es in deine Jackentasche und so weiter. Die Dame hat sich nur leider nicht die Arbeit gemacht, auch alle Innenseiten abzuwischen. Du hast jede einzelne Seite geprüft? fragte Henri anerkennend. Zorro schmunzelte. Glück gehört dazu. Erstens habe ich gedacht, ich schaue genauer nach, weil Bernd mir erzählt hat, dass jemand versucht hat, seine Datenbanken anzuzapfen. Zweitens kommst du nicht ohne Grund mit so einer Anfrage. Ich habe die Mitte aufgeschlagen, interessantes Schema übrigens, und siehe da, ich fand ein paar Abdrücke, die da nicht hingehören. Es wird also gegen uns ermittelt, dachte Henri und fragte Welche Dame? Sophia Minokuglu. Zorro ließ sich in den Stuhl vor Henrys Schreibtisch fallen. Gute Arbeit, Zorro, danke. Ich habe es deinem Altbierkonto belastet. Warum sollte die gegen unser Team ermitteln? Weil sie deinen Job will? Aber da ist noch etwas. Bernd hat wegen Sophia schließlich doch seine Datenbanken bemüht und über deine Vorgesetzte überhaupt nichts finden können. Ihre Weste ist so weiß, wie es rein technisch unmöglich ist für Polizisten, die länger als fünf Jahre im Dienst sind. Da muss etwas gelaufen sein, was diese reine Weste ermöglicht hat. Henri stand auf. Es besteht immer noch Hoffnung, dass sie hier nur geparkt ist und sich bald wieder verabschiedet. Komm. Zeit für die Besprechung. Zorro folgte ihm und murmelte, als sie auf den Gang traten. Davon abgesehen hat sie eine beeindruckende Ausbildung und als Scharfschützin offenbar eine seltene Gabe der Präzision. Henri schmunzelte über die Tratschbereitschaft von Zorro und Bernd. Kurz bevor sie gemeinsam den halbdunklen Raum betraten, murmelte Zorro noch: Und mit dieser Präzision hat sie ein paar Leute umgelegt. Dr. Annette Graf, der Jurist Hans Franzen, Zack und Alex waren in ein Gespräch vertieft. Vielleicht findest du einen Fall, Hans, sagte die Gräfin ratlos, in dem ein Mord bewiesen wurde, ohne ein Tötungsdelikt an der Leiche nachweisen zu können. Ich habe zwar am Haaransatz etwas gefunden, was eine winzige Einstichstelle sein könnte, aber eben auch nur ein Kratzer. Der Taxifahrer? fragte Henri. Bevor die Gräfin antworten konnte, kam Sophia zur Tür herein und sagte laut, Henri, würdest du bitte mit Alex für einen Moment in mein Büro kommen? Auch Sophias Büro war abgedunkelt und längst nicht so stickig wie Henri's. Holger Edler saß auf der Schreibtischkante weil, Herr Sanders, setzen Sie sich bitte. Er wartete, bis Sophia hinter ihrem Schreibtisch Platz genommen hatte, räusperte sich und sagte, Wir haben ein Problem. Sie kennen beide unsere Budgetsituation. Was wir nicht wie geplant verbrauchen, ist in der Regel im nächsten Jahr weg. Kurzum, von unserem SEK ist ein Kollege ausgefallen, der heute Abend in Münster ein zweiwöchiges Training antreten sollte. Fortbildung für Spezialeinheiten, Schwerpunkt Verhandlungstechnik in Ausnahmesituationen. Das SEK kann momentan niemanden freistellen. Da sind mal wieder irgendwelche Terrordrohungen aufgetaucht. Deutschland schlägt sich ja ganz wacker bei der WM und wer weiß, vielleicht kommen wir ja sogar ins Finale. Da wollen die auf Nummer sicher gehen. Wir auch, sagte Henri warnend. Lieber Laval, Sie haben doch eine zusätzliche Kraft bekommen, unerwartet. Sophia wird ab sofort aktiv an den Ermittlungen teilnehmen, wenn wir Hans Sanders auf dieses Training schicken. Henri schielte zu Alex und sah das hoffnungsvolle Glitzern in dessen Augen. Diese Fortbildungen waren teuer, wurden nur ausgesuchten Mitarbeitern mit einem hohen Potenzial angetragen und waren von allen begehrt. Alex wird nie ein geschickter Verhandlungsmann, dachte Henri zweifelnd und fragte sich im nächsten Moment Oder will ich sein Entwicklungspotenzial etwa nicht sehen? Mir bleibt nichts anderes übrig, resümierte er und fragte Alex, willst du? Würdest du mich denn lassen? Henri erhaschte einen einvernehmlichen Blickaustausch zwischen Sophia und dem Polizeipräsidenten, der ihm verriet, dass das hier nicht zufällig geschah. Das musst du für dich selbst entscheiden, wich Henri aus. Wenn das Thema dich interessiert, solltest du hingehen. Sie müssten das jetzt entscheiden und in drei Stunden in Münster sein, drängte Holger Edler. Ja, ich möchte sehr gern, sagte Alex. Sehr gut. Laval, Sie können wieder zu Ihrem Team gehen. Herr Sanders, Sie bleiben bitte einen Moment, damit wir die Formalitäten erledigen können. Henri hatte die neue Personalsituation erklärt und die Ergebnisse der diversen Gespräche an die Tafel geschrieben, als Sophia eintrat und sich zum Team setzte. Sie waren mit dem Austausch der Informationen durch und hatten den Punkt erreicht, an dem sich die Frage stellte Wie machen wir weiter? Gehen wir davon aus, dass der Mord an Nunez und der Tod von Olga im Zusammenhang stehen? fragte Henri in den Raum hinein. Wir könnten das um den rätselhaften Tod des Taxifahrers erweitern, schlug die Gräfin vor. Düsseldorf ist schließlich keine Stadt wie New York, wo Morde an der Tagesordnung sind. Guter Einwand, dachte Henri und sagte. Warten wir ab, ob es wirklich ein Mord war. Sophia lächelte geziert. Hast du meinen Rat befolgt, Annette? Dein Tipp nach einer Einstichstelle im Scham- und Kopfhautbereich zu suchen war sehr gut. Ich kann es nicht zweifelsfrei sagen, doch die Möglichkeit einer Infusion besteht, antwortete die Gräfin und fuhr fort. Ich suche derzeit ein Gift, das sich im Körper so schnell wieder abbaut, dass es nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar ist. Ich habe alle Organe entnommen und untersucht, die für eine Giftanalyse notwendig sind, doch ohne Befund. Das Gewebe rund um den vermeintlichen Einstich habe ich zur toxikologischen Untersuchung an meine Kollegen geschickt. Nur das kann dauern. Was wissen wir sonst noch über ihn? fragte Henri und Zack antwortete. Ein neuer Kollege in der Mordkommission, Max, der den Fall Jannes Mühlensiebten untersucht, tippt auf einen normalen Todesfall, plötzliches Herzversagen. Seine junge Frau und die zwei Töchter waren zum Todeszeitpunkt in Hannover. Keine Freunde, keine Skatrunde. Ein ziemlicher Einzelgänger. Und die Frau? Soll sich hauptsächlich auf das Geldausgeben konzentriert haben. Sie heißt Petra, ist 24 und, wenn Max recht hat, extrem oberflächlich. Das ist nicht viel, fasste Sophia zusammen, die aufmerksam zugehört hatte, auch wenn es sie irritierte, dass eine Sekretärin derart in die Besprechungen involviert war. Nein, bestätigte Zorro, dessen Mitarbeiter Steffen am Taximord arbeitete zumal die Spurensicherung im Taxi ganz ähnlich wie in Nunes Büro unzählige Faserspuren gefunden hat. Max und seine Truppe haben jede einzelne Fahrt überprüft in dieser Samstagnacht, keine Verdachtsmomente, und keinem war dieser Mühlensiebten gehetzt oder aufgeregt erschienen. Henri blickte zu Zack und der Gräfin und nickte ihnen anerkennend zu. Was ist mit den Fußspuren ums Taxi herum? fragte Sophia. Erinnern Sie sich an den Regen am Sonntagmorgen? Es war eine einzige Matsche. Nicht ein Fußabdruck war auf der aufgeweichten Wiese zu finden, sagte Zorro. Wir nehmen jetzt einmal an, sagte Henri, Mühlensiepen wurde ermordet. Könnte er dann der Taxifahrer X sein, der Olga Freitagabend abgeholt hat? Henri's Handy klingelte. Er sah, dass es seine private Telefonnummer aus der Hohe Straße war, und in diesem Augenblick fiel ihm wieder ein, dass sein Haushalt sich vorgestern um zwei Mitglieder erweitert hatte. Vermutlich eine meiner Töchter, sagte er entschuldigend, stand auf und verließ den Raum. Alberta wollte wissen, ob er zum Essen komme und sagte, dass er ihr eine Mathearbeit für die Schule unterschreiben müsse. Henri versprach, sich später um die Unterschrift zu kümmern und wann er nach Hause komme, könne er noch nicht sagen. Er brauchte noch Zeit, sich an diese neuen Pflichten zu gewöhnen. Als er in den Raum zurückkam, stand seine Chefin an der Tafel und schrieb die nächsten Aktionen auf. Punkt eins. Wir behandeln den Taxifahrer als Mordfall, lassen ihn jedoch bei den Kollegen, die uns zuarbeiten sollen. Punkt 2. Das Telefonat um 20 Uhr mit dem Agenten der Cats erledigen Frau Zackmann und Annette. Punkt 3. Ich halte wie Henri diesen Amer für verdächtig und werde ihn gleich in seiner Wohnung aufsuchen, ebenso den Jongleur Victor. Welches Ziel haben Sie? fragte Henri. Tja. Es kommt vor, dass Männer Frauen gegenüber gesprächiger sind, weil sie sich gerne profilieren und dabei verplappern. Manchmal zieht dieser Ansatz mehr. Gegen seinen Willen musste Henri anerkennen, dass ihre Idee gut war. Wenn Sie schon im Künstlerhaus sind, gehen Sie bitte auch bei Susanna vorbei und informieren Sie, soweit noch nicht geschehen, über Olgas Tod. Mach ich. Was tust du heute noch, Henri? Er tauschte schnell einen Blick mit Zorro und log. Mich um meine Töchter kümmern. Ich denke, wir sollten morgen früh, wenn wir das Resultat aus Moskau haben, gemeinsam entscheiden, wie wir weitermachen. Sophia nickte und ging zu ihrem Platz zurück. Während sie ihre Tasche packte, beobachtete sie das Team. Henris Mitarbeiter funktionierten perfekt und präzise, griffen ineinander, stritten nicht und beugten sich seiner Autorität. Er wurde geschätzt, respektiert, zum Teil auch bewundert und gemocht. Genau diese Mischung wünschte Sophia Minokuglu sich mehr als alles andere. Es muss wunderbar sein, so wertgeschätzt zu sein, dachte sie verbittert, als das Team den Raum geschlossen verließ und sich nicht einmal die Gräfin nach ihr umsah. Bernd kam zu Henriens Büro und fragte, Chef, woher rührt der Schmusekurs? Ich habe zu viele Baustellen offen und bin froh um jede, die einen Moment keine volle Aufmerksamkeit braucht. Hast du Zeit für einen Besuch im Apollo? Zorro und ich wollen hin und könnten dich gebrauchen. Bernd legte den Kopf schräg und sagte, Wir machen sozusagen eine Hausbesichtigung, weil wir eine Hausdurchsuchung nicht genehmigt bekämen? Erfasst. Und da stehen ein paar Computer rum, die sich sicher freuen, wenn du sie dir mal anschaust. Bernds Blick hellte sich auf. Ich bin dabei. Wann geht's los? Sobald Sophia das Gebäude verlassen hat sagte Henri und grinste. Walter erwartete sie am Notausgang. Montags war geschlossen, und die Mitarbeiter, die oft auch samstags und sonntags arbeiteten, nutzten den Montag als freien Tag. Trotz der tiefroten Wände und der goldenen Vorhänge wirkte das Apollo trist und verlassen. Unterstrichen von dem Dröhnen der Klimaanlage, die um kühle Luft kämpfte, in einem Gebäude, das zu vier Seiten Glasfronten hatte. Wie wollt ihr vorgehen? fragte Walter, der dunkle Ränder unter den Augen hatte. Bernd die Büros und Zorro und ich die Künstlergarde hoben. Sie folgten Walter durch das Restaurant in den hinteren Teil, in dem die Büros lagen. Nicht schlecht, sagte Bernd, denn die Büros waren zwar klein und vollgestopft, verfügten jedoch alle über Reinblick. Er schaltete den Computer im Sekretariat an und vertiefte sich in die Datenwelt. An den Wänden des Bürotraktes hingen die Besprechungen zur aktuellen Show. Henri und Zorro überflogen die Zeitungsartikel und stellten fest, dass die Resonanz sehr positiv war. Lediglich an Amer schieden sich die Geister. Der polarisiert sehr stark, kommentierte Walter. Am Ende des Ganges, nach der verschließbaren Glastür, Stiegen sie die eiserne Wendeltreppe zum unteren Teil des Varietés hinab, wo sich das Parkett befand und hinter der Bühne die Garderoben der Künstler. Es fiel nur spärliches Licht durch die kleinen Bullaugenfenster des Flurs, von dem die Türen abgingen. Ein Blick, sagte Zorro ironisch. In den Garderoben gab es keine Fenster. Henri war erschüttert, wie klein die Räume waren und gleichzeitig fasziniert, wie gut es den Artisten gelang, mit wenigen Kleinigkeiten hier ein Foto, dort ein paar Tücher oder bunte Papierblumen, ihren Garderoben eine persönliche Note zu geben. Zorro machte sich an die Arbeit. Von jedem Schminktisch nahm er Proben der verschiedenen Puder, Haarproben aus den Bürsten, Faserproben von den Kostümen und gab die Plastiktütchen Henri, der sie mit den Namen der Künstler versah. Während Zorro in einer Garderobe arbeitete, wartete Henri mit Walter auf dem Gang. Er erzählte seinem Freund von Alex und dessen kurzfristiger Teilnahme an dem Training. Nimmst du es ihm übel? wollte Walter wissen. Ja und nein. Jeder will schließlich mal weiterkommen und dabei kann man nicht immer Rücksicht auf andere nehmen. Ihr seid befreundet, wandte Walter ein. Alex muss doch wissen, wie schwierig deine Situation ist. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob wir noch befreundet sind. Seit ich mich von Lisa getrennt habe, leben wir irgendwie in verschiedenen Welten. Walter schlug ihm wohlwollend auf die Schulter, nahm an Henri's Stelle die Plastiktüten von Zorro in Empfang, ging mit beiden zur nächsten Garderobe und sagte, Ihr habt immer schon in verschiedenen Welten gelebt. Du hast es nur nicht gemerkt. Kann sein, antwortete Henri und fragte, wessen Garderobe ist das? Der Raum strahlte Disziplin aus. Auf dem Schminktisch lagen die Pinsel akkurat nebeneinander. Es gab keine persönlichen Bilder an den Wänden wie in den übrigen Garderoben. Das Kostüm hing nicht mit einem Bügel an der Schranktür, sondern innen im Schrank. Außerdem bemerkte Henri ganz schwach den süßen, modrigen Geruch, den er Freitagabend auch in Nunies Büro wahrgenommen hatte. Putian, antwortete Walter. Sieh an, sagte Henri. Und von dem haben wir gedacht, wir könnten ihn vernachlässigen. Kannst du auch, für den existiert nichts anderes als sein Seitans. Da bin ich mir nicht mehr sicher, dachte Henri und fragte. Zorro, riechst du das auch? Vielleicht meinst du das. Walter zeigte auf einen kleinen Ständer, in dem Räucherstäbchen steckten. Nimmst du davon auch etwas? Henri wies auf den Teller. Ich kann ihm ein Stäbchen klauen, meinte Zorro. Denn der Teller ist sauber abgewischt, würde mich wundern, wenn ich darauf ein Staubkorn finde. Henri beobachtete Zorro, der die Schranktür öffnete, den Inhalt inspizierte, zum Schminktisch ging und die Schubladen kontrollierte. Hat dieser Putian einen Waschzwang? fragte Zorro. Nicht, dass es mir bekannt wäre. Andererseits, wer weiß das schon? Walter zwirbelte durch seinen gepflegten Dalibart, eine Geste, die Henri so vertraut war, seit er diesen großen Mann mit dem hageren Gesicht vor etlichen Jahren kennengelernt hatte. Schließlich, fuhr Walter fort, sind gerade die Künstler, die allein auftreten, sehr oft einer Einsamkeit ausgesetzt, die die meisten Menschen gar nicht verkraften könnten. Wie meinst du das?", fragte Zorro, der gerade mit Lupe und Pinzette Fasern aus Putjans Kostüm zupfte. Die Duos leben zwar ständig mit der Angst, ihnen könnte der Partner abhanden kommen, dafür sind sie zu zweit. Feiern die Erfolge zu zweit, helfen sich bei Misserfolgen, trösten sich bei Ängsten. Einer wie Putjan ist immer allein. Auf der Bühne, in der Garderobe, in der Wohnung. Das heißt auch, mischte Henri sich ein, der wieder ein Tütchen von Zorro bekam und es beschriftete, keine soziale Kontrolle. Schaut mal hier. Zorro nahm aus der obersten Schublade des Schminktisches eine Kassette mit Spritzen. Er ist Diabetiker, erklärte Walter. Henri notierte sich das in sein Notizbuch. Zorro ließ die original verpackten Spritzen wieder in die Schublade gleiten. Die nächste Garderobe war die des Pantomimen Amer und so bunt, chaotisch und schrill wie seine Auftritte. Rund um den Spiegel waren Fotos seiner Kinder geheftet und die Auszeichnungen, die er erhalten hatte. Er braucht das, kommentierte Walter. Amer arbeitet zwar auch allein, ist jedoch fest eingebunden bei seiner Familie. Fünf Kinder und seine Eltern und die seiner Frau, alle leben in einem Haus außerhalb von Brüssel. Die Auszeichnungen am Spiegel helfen ihm, wenn, was gelegentlich passiert, das Publikum seine Nummer nicht versteht. Henri fand es frappierend, wie jede Garderobe das Naturell ihres temporären Bewohners widerspiegelte. Wann haben die Cats eigentlich ihre Sachen ausgeräumt? fragte Henri. Samstagabend, nachdem klar war, dass sie wieder nicht auftreten können. Ihre Abreise war also geplant? Ja, allerdings ohne unser Wissen. Wir respektieren die minimale Privatsphäre unserer Künstler. Das heißt, wir gehen während der Spielzeit nicht in die Wohnungen oder in die Garderoben. Dass die von den Cats leer war, habe ich erst gesehen, als dein Kollege Alex uns informierte, dass sie abgereist sind. Viktors Garderobe war so unaufgeräumt wie ein Jungenzimmer. Dennoch zeigte sich seine Professionalität darin, dass sein Kostüm gebügelt am Schrank hing und seine Keulen, Bälle und Federn, die er zum Jonglieren brauchte, ordentlich verstaut waren. Neben Comics, die auf dem Boden lagen, tummelten sich eine CD-Sammlung und Computerspiele. Mit Teaserstreifen waren Fotos von seiner großen Familie sowie von Bären, Elefanten, Tigern und Katzen neben den Schminkspiegel geklebt. Walter tippte mit dem Finger auf die Tiere. Einer der wenigen, die weiße Tiger im Programm haben. Es ist ein sehr reicher Zirkus. Einzelne Nummern werden regelmäßig für den Moskauer Staatszirkus verpflichtet. Ich finde es schon komisch einen siebzehnjährigen allein auf so eine weite Reise zu schicken, sagte Zorro abgewandt. Das hier erinnert mich an meinen Ältesten, die Unordnung, die Socken, das feuchte Handtuch auf dem Boden, und wenn ich mir vorstelle, der würde in seinem Alter für zwei Monate allein in einem fernen Land arbeiten, ich glaube nicht, dass er das aushalten könnte. Leidet dieser Viktor nicht unter der Trennung von seiner Familie? Walter schmunzelte. Die Artistenwelt wirkt auf dich groß, unüberschaubar und nicht kontrollierbar, weil ihre Bewohner in der Welt unterwegs sind. Gerade darum ist ihr Netz so engmaschig und dicht gestrickt, so dass du, bis du erst einmal drin, gar nicht rausfallen kannst. Ihr Morsealphabet ist einfach und effizient. Victor ist zwar von seiner Familie getrennt, dennoch wissen die ganz genau, wer in der gleichen Show auftritt und sorgen dafür, dass einer den Jungen unter seine Fittiche nimmt. Hier ist es Amer. Daran sind im Zirkuswagen geborene Artisten von klein auf gewöhnt. Der Junge hier, Walter machte eine viel zu ausladende Geste für die kleine dunkle Garderobe, ist selbstständiger und selbstbewusster, als deine Söhne es vermutlich mit 40 sein werden. Zorro hielt zwei Spritzen hoch. Und was ist das? Noch ein Diabetiker? Ist das, was Sie hier tun, erlaubt? fragte plötzlich jemand hinter ihnen. Es war Viktor. Die Spritzen sind von der Blutabnahme. Er ging auf Zorro zu und nahm sie ihm energisch aus der Hand. Mit einem verschlagenen Blick drehte er sich um, ging auf Henri zu, lehnte sich an den Türrahmen und sagte, Weiß Ihre Chefin davon, dass Sie hier sind? Sie wollten doch zu Ihren Töchtern. Henri nahm die unausgesprochene Botschaft zähneknirschend entgegen. Er war in diesem Augenblick erpressbar geworden für den jungen hübschen Russen. Er entschied, dass es im Moment das Klügste sein würde, ihn zum Komplizen zu machen. Du willst doch sicher auch, dass wir Antonios Tod aufklären, oder? Und manchmal geht es nicht anders als mit kleinen Tricks. Meine Chefin ist dafür zu feige. Zorro ließ sich nicht beirren und machte weiter, als wäre Victor gar nicht da. Sie war vorhin im Künstlerhaus, um Amer zu befragen. Ihre Chefin mag sie nicht, sagte Victor. Das hast du schnell gemerkt. Woran? Victor kniff die Augen zusammen, fixierte Henri und antwortete langsam, an ihrer Körpersprache, wenn sie ihren Namen erwähnt. Hinter Walter tauchte unvermittelt Amer auf. Henri verfluchte seine Fähigkeit, sich lautlos zu bewegen. Amer faltete sein Gesicht, schmollte mit einem Kussmund und sagte, Mademoiselle Sophia ist überzeugt, dass ihrer Weiblichkeit kein Mann widerstehen kann. Das ist ein großer Fehler. Er stach den Zeigefinger in die Luft und sagte mit einem sarkastischen Ton in der Stimme: „Schaust du ihr lange genug auf die Titten, glaubt sie, sie hat dich am Sack und wird leichtsinnig.“ Mit einem schelmischen Gesicht ging er an Walter vorbei, stellte sich neben Viktor, legte ihm einen Arm um die Schulter und sagte: „Außerdem hat sie etwas zu verbergen. In ihren Augen ist Angst.“ Mit einer blitzschnellen Bewegung hielt er Zorros Arm fest, der Henri die Tütchen reichen wollte. Es beweist auch eure Unschuld, sagte Henri und streckte seine Hand aus. Die wir nicht beweisen müssen. Du, Kommissar, musst beweisen, dass du auch diesen Fall lösen kannst. Es kratzt an deiner Eitelkeit. Sie kratzt an deiner Eitelkeit. Lächelnd gab er Zorros Arm frei. Victors Garderobe war die letzte gewesen. Obwohl Henri sich ärgerte, dass er nicht nur erwischt worden war, sondern auch noch von Amer und Victor durchschaut worden war, spürte er doch, dass die Stimmung ihm gegenüber umgeschlagen war. Zum ersten Mal, seit sie ermittelten, hatte er nicht mehr das untrügliche Gefühl, sie mauerten gegen ihn. »Kannst du, könnt ihr, über das hier schweigen?« »Klar«, sagte Amer, und Victor nickte. »Und sei es nur Walter zuliebe.« Victor drehte sich aus Amer's Arm, nahm seine Kegel und lief die Stufen zur Bühne hoch. Amer schlenderte winkend hinterher. Tut mir leid, sagte Walter. Normalerweise ist Montag Ruhetag für alle, außer für die Kasse. Ich hoffe, es gibt für dich keinen Ärger. Keine Sorge, der Herr Theaterleiter ist ja tot. Und auf Amer und Victor ist Verlass. Wem sollten sie es auch sagen? Gibt es jetzt ein Bier? fragte Zorro und verstaute gründlich seine Utensilien. Henri sah auf die Uhr. Eine halbe Stunde blieb ihm bis zu seiner Verabredung mit Joyce Darlington um 19 Uhr. Wenig später saßen sie oben an der Glasfront mit Blick auf den Rhein. Walter schraubte den Bierhahn an, zapfte ein paar Gläser ab und servierte Zorro, Henri und Bernd, der mittlerweile die Festplatten kopiert hatte, ein gut gekühltes Altbier. Für sich selbst holte er einen trockenen Martini. Aus dem Theater dröhnte Hardrockmusik zu ihnen herauf. Von was für Blutproben hat Viktor vorhin gesprochen? fragte Henri weiter. Ach, wiegelte Walter ab. Antonio hatte so einen Tick. Er selbst hat sich vor Jahren mal, als er in London mit einer internationalen Gruppe gearbeitet hat, eine Hepatitis B zugezogen und keiner wusste woher. Seitdem nahm er an allen Theatern, an denen er verantwortlich war, Blutproben der Artisten und ließ sie neben HIV auf Geschlechtskrankheiten und andere Schweinereien untersuchen. Zorro schüttelte ungläubig den Kopf. Das ist doch nicht legal. Ich würde mich schön bedanken, wenn mein Chef mir Blut abnehmen würde. Haben die eingewilligt? Henri blickte Walter fragend an und forderte ihn damit auf, etwas genauer zu werden. Die Einwilligung erfolgte durch die Vertragsunterschrift. Mit anderen Worten, kein Vertrag ohne vorherige Einwilligung. Genau. Wie ging das vor sich? Am ersten Tag nahm Antonio von allen eine Blutprobe. Antonio selbst? Walter seufzte. Ja. Genauso wie er nähen, bügeln, Zelte bauen konnte. Manchmal gibt es dort, wo du mit deinem Zirkus bist, keinen Arzt. Du meinst, Medikamente spritzen und Blut abnehmen gehört zur Grundausbildung eines Artisten? fragte Henri zweifelnd. Richtig. Nicht alle können das, aber Antonio konnte es, schloss weiter. Und er musste etwas davon verstehen, murmelte Zorro, während er sich den Bierschaum von der Oberlippe leckte. Es waren nämlich feinste Spritzen, die in Viktors Garderobe lagen. Damit kannst du selbst die empfindlichsten Venen gut treffen. Kleiner und feiner geht es nicht. Wo hat er die Proben untersuchen lassen? Ein Urologe in der Altstadt, der eh keine Patienten mehr hat und es für Bargeld billiger macht, Dr. Himmel heißt er, in der Andreasstraße. Da hat er es nie weit zum nächsten Bier und seinen Pillenschrank immer gut gefüllt. Walter leerte seinen Martini in einem Zug. Wenn du mich nicht mehr brauchst, würde ich gern gehen. Zieht die Notausgangstür hinter euch zu. Er gab erst Zorro, dann Bernd die Hand und klopfte Henri auf die Schulter. Wir sehen uns morgen am Künstlerhaus. Ja, und danke Walter. sagte Henri, sah seinem Freund hinterher und notierte schließlich den Namen des dubiosen Doktors. Blutproben, grübelte er. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artist, der auf der Bühne Höchstleistungen vollbringt, eine infektiöse Hepatitis hat? Warum hat er dir das nicht vorher erzählt? Ach Zorro. Wir haben in diesem Fall alle üblichen Fragen gestellt, weil es nicht die üblichen Menschen sind, erhalten wir auch nicht die üblichen Antworten. Verstehe ich nicht, mischte sich Bernd ein. Henri schmunzelte. Bernd konnte manchmal sehr ungeduldig sein. Diese Leute hier kennen so viele Länder, Nationen, Gepflogenheiten, denen kommt es überhaupt nicht merkwürdig vor, wenn ihnen Blut abgenommen wird. Für sie ist es nichts anderes als die Angewohnheit eines Landes, in dem sie auftreten. Und Walter? insistierte Zorro. Für den gilt das auch. Er ist ein Lebenskünstler. Sie tranken schweigend ihr Bier aus. Henri dachte nach. Er spürte den Loyalitätskonflikt, in dem Walter sich befand. Zu wem würde er im Zweifelsfall halten? Zu den Artisten oder zu ihm? Zorro stand auf, nahm seine Tasche und stellte das Bierglas auf die Theke. Feierabend. Irgendwie habe ich Walter den Spruch mit der Selbstständigkeit meiner Söhne übel genommen. Er hat trotzdem recht, sagte Henri, brachte sein und Berns Glas zur Theke und ging mit beiden zur Tür. Also Chef, dann einen schönen Abend. Oder hast du noch mehr Termine? Ja. Mit Joyce, mal wieder. Wir haben ja lange nicht mehr so kreativ gearbeitet. Zorro grinste. Und du ziehst gleich alle Register. Nicht schlecht. Morgen auch noch unerlaubt die Durchsuchung der Künstlerwohnungen. Bis wann hast du die Ergebnisse der gesicherten Spuren? lenkte Henri vom Thema ab. Nicht vor Mittwoch, wenn überhaupt. Ich kann es nicht offiziell einkippen und nur daran arbeiten, wenn das Labor leer ist. Und du, Bernd? Du kennst meine Neugier, besonders bei heißer Ware. Sobald meine Teilzeitgeliebte schläft, werde ich die kopierten Daten durch meinen Computer laufen lassen. Morgen sollte ich schon eine erste Auswertung haben. Brauchst du Verstärkung bei Joyce? Als sein Chef die Stirn runzelte, machte Bernd sich grinsend davon. Henri lehnte mit dem Rücken an einem der Brückenpfeiler und versuchte den bitteren Geschmack, den das Bier auf seiner Zunge zurückgelassen hatte, mit einer Zigarette zu übertünchen. Warum noch wurden Blutproben genommen? Henri schloss einen Moment die Augen und Bilder eines Aufrufs des Roten Kreuzes kamen ihm in den Sinn. Ja, dachte er, wenn dringend für ein leukämiekrankes Kind ein Knochenmarkspender gesucht wurde, konnte es sein, dass Josepha, Nunez' kleine Schwester, Leukämie hatte und der große Bruder auf seine Weise einen Spender suchte? Angehörige taten oft die verrücktesten Sachen, wenn es um ihre Nächsten ging. Überraschend tauchte Victor von der einen, Amer von der anderen Seite des Pfeilers auf und rückten mit einer füllerwall unangenehmen Distanzlosigkeit so dicht heran, dass ihre nackten Arme ihn berührten. Henri musste sich zwingen, nicht nach vorn auszuweichen. "Hast du einen Verdächtigen?", fragte Amer. "Ja, unter anderem dich." Er trat seine Zigarette aus. "Das verstehe ich sehr gut. Ich an deiner Stelle würde mich auch verdächtigen." Du glaubst, ich habe den nötigen Irrsinn zu einem Mord, nicht wahr? Du glaubst auch, dass ich wütend auf Nunes war, weil er den Wert meiner Nummer so gering schätzte. Und du bist sauer, weil ich mit deiner schönen Frau den erotischsten aller Tänze getanzt habe. Maurice hat mir gesagt, dass André sehr aufgebracht war, als Olga nach der Vorstellung Freitagabend verschwand. Und du, viktor hast ihn beruhigt. Amer grinste böse. Die beiden hatten so oft Streit. André behauptete, Olga habe dem kleinen Maurice auf dem Weg zur Bühne schöne Augen gemacht. André trank Wodka. Er kann manchmal aggressiv werden, deshalb geht Olga lieber. Ich ging hinterher, um zu sehen, ob es ihr gut geht. Und du hast dir keine Sorgen gemacht, als sie plötzlich so krank wurde? Amer hob den Zeigefinger und bewegte ihn hin und her. Wir kannten den Ablauf. Das passt nicht. Maurice hat gesagt, Olga und André seien nicht mehr zusammen und André habe von der Liaison mit Maurice gewusst. Siehst du, Kommissar, das ist das Problem. Wir schaffen Illusionen und ihr glaubt, es sei die Wirklichkeit. Maurice war eine Eskapade für Olga. Wie sagte sie es, Viktor? Maurice ist gut für den Tag. Henri wurde abgelenkt, weil Victor Henri's Brieftasche, das Feuerzeug und die Zigarettenpackung unbemerkt an sich genommen hatte, sich selbst eine anzündete und das Päckchen samt Feuerzeug an ihm vorbei am Meer reichte. Gauloise mit Filter! Was für ein fauler Kompromiss, Kommissar! Henri nahm seine Sachen kommentarlos zurück und fragte: Habt ihr einen Verdächtigen? Amer grinste und blies übertrieben den Rauch in die Luft. Es gibt hier in Deutschland so einen Spruch. Die eine Krähe pickt der anderen kein Auge aus. Hm, verstehe. Ein Artist tut dem anderen nichts, auch wenn es bei Olga Mord war? Dann regeln wir das auf unsere Weise. War Nunes ebenso eine dieser Regelungen? Was war der wirkliche Grund für diese Blutproben? Mit einem Ruck löste Amer sich von dem Pfeiler, gab Henri damit mehr Platz zum Atmen, schaute ihm fest in die Augen und sagte Du stellst mittlerweile die richtigen Fragen. Jetzt musst du nur die finden, die dir die richtigen Antworten geben können. Fang mit dem Arzt an. Henri drehte sich zu Victor um. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du Nunez doch schon kanntest? Du hast gefragt, ob ich ihn kannte. Ich kannte ihn nicht. Wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet, ja. Victor hob die Schultern und drückte sich ebenfalls von dem Brückenpfeiler ab. Da kommt jemand für dich sagte Amère und schob sein Kinn Richtung Rheinuferpromenade. Diese Körpersprache konnte auch Henri lesen, denn die auffällige Gestalt kam so energisch auf ihn zu, dass er lachen musste. Als er sich zu Amère und Victor umdrehte, um sich zu verabschieden, waren sie verschwunden. Henri prüfte, ob Geldbörse, Brieftasche und Zigaretten an ihrem Platz waren, und ging Joyce entgegen. Ihre schlanke Figur wurde durch den grünen Overall betont, Sie trug heute nicht die türkisfarbenen Kontaktlinsen, so dass ihre Augen in ihrer irisch-grünen Originalfarbe glänzten. Für eine ihrer spektakulären Perücken ist es wohl zu heiß, dachte Henri, und ausnahmsweise hat der Kurzhaarschnitt die natürliche Farbe, ein schreiendes Rot. Nachdem sie letztes Jahr gemeinsam jenen kniffligen Fall gelöst hatten, wollten sie lose Kontakt halten, was Henri jedoch vermieden hatte. Er mochte es nicht, auf Menschen angewiesen zu sein, und besonders wenig schätzte er es darauf angewiesen zu sein, dass sie im Zweifelsfall den Mund hielten. Joyce Darlington war machthungrig, ab einer bestimmten Summe käuflich, und für eine gute Story schreckte sie auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück, was ihm jetzt wiederum nützlich sein würde. Es freut mich wirklich sehr, Sie wiederzusehen. Sie hauchte ihm links und rechts einen Kuss auf die Wange und hinterließ einen dezenten Geruch nach Zitrone und Moschus. Ehrlich gesagt, ist das nicht so richtig meinerseits. Ich fürchte allerdings, ich komme ohne Sie nicht weiter. Sie grinste belustigt. Das habe ich mir schon gedacht. Kommen Sie, fahren wir rauf in den Rheinturm. Die lassen mich immer ins Restaurant. Und um diese Uhrzeit dürften wir dort oben relativ ungestört sein. Bis zum Aufzug des Rheinturms tauschten sie Nettigkeiten aus. Und als sie surrend und in wenigen Sekunden 100 Meter nach oben befördert wurden, schwiegen sie. Bei klarer Sicht kann der Besucher des Düsseldorfer Rheinturms bis nach Köln blicken. Nicht an diesem Montag. Die Hitze hatte die Stadt fest im Griff und der feine Dunst lag wie ein Schleier über dem Rhein und trübte die Sicht. Sollte die Hitze anhalten, würde in Kürze die Rheinschifffahrt eingestellt werden. Joyce dirigierte Henri zu einem Tisch mit Blick auf das Oberkasseler Ufer und bestellte beim Kellner eine Flasche Wasser. Henri klärte sie kurz über seine neue berufliche Situation auf und die Probleme, die es bei der Aufklärung des Mordes an Antonio Nunez gab. Von Sophia Minokuglu wusste ich bereits, wir haben eine Praktikantin, die gerade den Feminismus für sich entdeckt hat und neben dem üblichen Dreizeiler unbedingt einen Artikel über die Wunderfrau schreiben wollte. Bisher gewährte uns die Dame jedoch kein Interview. »Joyce, ich brauche Ihre Hilfe.« »Was zahlen Sie?« Da sie die einzigen Gäste waren, wurden sie prompt bedient. Joyce wartete, bis der Kellner die Gläser gefüllt hatte, und gab ihm mit einer kleinen, aber unmissverständlichen Geste zu verstehen, dass er verschwinden solle. Informationen aus erster Hand über Nunez Trut. Sie tätschelte kopfschüttelnd seinen Arm. So geht das nicht, lieber Laval. Ich sagte doch, dass Nunez für unser Blatt lebendig wesentlich besser war. Wir haben zwei weitere Morde, die mit Nunez in Verbindung stehen könnten. Stehen oder stehen könnten? Zu 90 Prozent stehen, log Henri. Gut. Unter diesen Umständen können wir reden. Was wollen Sie? Henri erzählte ihr von den Cats, ihrem plötzlichen Verschwinden und den Ungereimtheiten rund um Olgas Tod. Kurz, ich will, dass Sie nach Moskau fliegen und für Ihre Zeitung herausfinden, woran Olga gestorben ist. Es könnte wenigstens so eine Schlagzeile aller Wollte Deutschland der kranken Artistin nicht helfen dabei herauskommen. Das ist ganz hübsch. Aber welche Garantie geben Sie mir für die drei Morde? Sobald ich nachgewiesen habe, dass die drei Morde zusammenhängen, bekommen Sie die Story als erste. Ein toter Theaterleiter und eine tote Artistin. Wer ist der dritte? Ein Taxifahrer. Wir konnten den Mord bisher nicht nachweisen. Die Gräfin ist sich allerdings sicher, dass es kein natürlicher Tod war. Joyce wich seinem Blick aus. Laval wusste nicht, dass sich zwischen ihr und der Gräfin seit dem letzten Jahr, trotz des schwierigen Staats, eine Freundschaft entwickelt hatte, was er sicher nicht gutheißen würde. Joyce hielt ihre neue Freundin für sehr kompetent. Deshalb lenkte sie ein und sagte Man munkelt, Sophia Minokuglu habe eine Abkürzung genommen und sei jetzt auf der Zielgeraden, um die erste Polizeipräsidentin Düsseldorfs zu werden, wenn der liebe Holger Edler in drei Jahren abdankt. Zudem hat sie eine Scharfschützenausbildung. Das ist sexy bei einer Frau. Ich will ein Interview mit ihr, sozusagen als kleine Dreingabe. Joyce blickte Henri herausfordernd an und schlug ihre langen Beine übereinander. Wann können Sie fliegen? Joyce fixierte ihn einen Moment und sagte, »Gut, nun, ich muss die Story zunächst mir selbst verkaufen, obwohl ich die Chefredakteurin bin. Artisten sind, wenn sie nicht gerade Stefanie von Monaco ehelichen, nicht besonders medienwirksam.« Sie nahm einen Schluck Wasser, blätterte durch ihren Terminkalender und sagte, »Morgen Abend. Ich wäre Donnerstagnachmittag zurück, mehr Zeit habe ich nicht. Denke, das müsste reichen, ich habe einige Kontakte dort, wenn auch nicht in Zirkuskreisen.« Henri gab ihr Telefonnummer und Adresse des Agenten und von André. »Sagen Sie mal, Henri, da wir nun schon zum zweiten Mal einen Deal machen, könnten wir zum Du übergehen?« »Gern. Was kannst du mir über Antonio Núñez sagen?« Joyce bestellte beim Kellner eine neue Flasche Wasser, öffnete ihre zierliche Aktentasche und holte ein Netbook hervor. Dann schob sie Henri ein rotes Notizbuch zu. »Was ist das?« er schlug es auf und fand ein Telefonregister sowie einen Kalender, in dem an einzelnen Tagen Notizen standen. Es gehörte bis zum 8. Juni Antonio nunes An dem Tag hat er es verloren. Henri zündete sich eine Zigarette an. Wieso hat er es an dem Tag verloren? Nun, Joyce blickte sich kurz um, ob sie wirklich ungestört waren, an dem Tag ist diese Seiltänzerin vom Hochseil auf dem Burgplatz gestürzt. Erinnerst du dich? Was hat die mit Nunez zu tun? Henri wurde hellhörig. Joyce gab ein paar Befehle ein und drehte das Netbook zu ihm. Auf dem Bildschirm erschien der Artikel über die Akrobatin Susa Bertini, die bei dem Unfall schwer verletzt worden war. Joyce klärte Henri darüber auf, dass sie nach dem Unfall jemanden in der von der Krankenkasse beauftragten Eventagentur bestochen hatten. So hatten sie erfahren, dass die Eventagentur wiederum Antonio Nunez als Agenten beauftragt hatte, der somit als Subunternehmer auch für die Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich zeichnete. Sie klappte das Netbook wieder zu, nahm einen Stift aus der Tasche und schrieb zwei Namen auf Air Adventure und Kai33. Das eine ist die beteiligte Fluggesellschaft, die haben ihren Hangar von der LTU hier am Düsseldorfer Flughafen gemietet. Drei Hubschrauber, drei kleine Flugzeuge. »Kai 33 ist die Eventagentur und sitzt, wie der Name schon vermuten lässt, dort unten.« Sie zeigte mit dem Stift auf den Düsseldorfer Hafen, der hundert Meter tiefer zu ihren Füßen lag. »Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass Antonio Nunes das zu kurze Sicherungsseil zu verantworten hatte?« In Henris Kopf stürmten die Gedanken durcheinander. »Nicht ganz.« Er sagte, die Artistin habe das selbst entschieden. Böse Zungen behaupten, das Mädchen habe das mit dem Flugzeug nicht gewusst, und Nunyes habe ihr gedroht, damit sie den prestigeträchtigen Auftritt nicht absagte. Wieder andere erklärten, der Pilot sei viel zu tief geflogen und habe die Thermik nicht richtig berechnet. Und weiter? Joyce feigste. Nichts weiter, das ist alles. Einer muss doch für den Unfall zur Verantwortung gezogen werden. Nun, Dafür brauchst du zunächst jemanden, der die Personen auch zur Verantwortung ziehen will. Susa Bertini wurde ins Marienhospital eingeliefert. Ihr Rücken blieb unverletzt, jedoch die Knöchel, so sagte mir der behandelnde Arzt, waren so zertrümmert, dass die einzige Möglichkeit war, sie steif zu legen. Ende einer Artistenkarriere. Zwei Tage später verließ sie mit Gips an beiden Füßen im Rollstuhl und auf eigenen Wunsch das Krankenhaus und reiste zu ihrem Zirkus, der in Paris gastierte. Kein Kläger, keine Angeklagten. Deshalb lohnte sich für uns die Story nicht weiter. Henri rauchte hektisch. Konnte es sein, dass einer aus der Familie Bertini Rache genommen hatte? War sie mit oder ohne Familie hier? Ohne. Dein Freund Walter hat sie zum Flughafen gebracht. Walter? Henri stöhnte. Ja, der war wie Nunes auf dem Burgplatz und ist ihm ziemlich an die Gurgel gegangen. Diese Susa war nämlich so etwas wie eine Zietochter für den guten Walter. Verdammt! Und da hat keiner weitergeforscht? Nein. Schließlich waren nicht nur er Adventure und die Agentur Kai 33 froh, dass das Spektakel aus der Presse heraus war, sondern auch Antonio Nunes, der für das Apollo untragbar geworden wäre, und der Oberbürgermeister, der eine derart negative Presse für seine Landeshauptstadt gar nicht leiden kann. Was für ein Filz, sagte Henri gedehnt. Willkommen im 21. Jahrhundert, antwortete Joyce und bat den Kellner um die Rechnung. Im Aufzug, der sie fast lautlos wieder auf Rheinhöhe brachte, stand Joyce neben ihm. Ihre klaren grünen Augen blitzten ihn an. Sie gingen gemeinsam die Rheinuferpromenade Richtung Innenstadt. Am Mannesmann-Hochhaus, das unter anderem den Tages- und Nachtkurier beherbergte, blieb Joyce stehen. Du hörst von mir. Spätestens, wenn ich aus Moskau zurück bin, vielleicht auch früher. Pass gut auf dich auf, sagte Henri in einem Anflug freundschaftlicher Sorge. Du weißt doch, dass ich russisch mit Moskauer Akzent spreche. Das hilft ungemein. Sie reichte ihm die Hand und hielt seine fest. Kann Sophia Minokuglu dir was? Henri entzog ihr die Hand. Ich schätze nichts. Ihr fehlt die innere Festigkeit. Ich fände es jammer schade, wenn es ihr gelingen sollte, dich abzusägen. Ich finde langsam Geschmack an unserer Zusammenarbeit. Henri blickte Joyce hinterher und zündete die Zigarette, die er in der Hand hielt, an. Dann setzte er sich auf die Ufermauer und las das Adressbuch von Antonio Nunes. Joyce hatte ihm die Arbeit abgenommen und die vier Telefonnummern seiner aktuellen Freundinnen mit Postits versehen. Es fiel Henri schwer, konzentriert zu denken. Denn sein Freund Walter beschäftigte ihn sehr. Schließlich fiel ihm ein, dass zu Hause Christa und Alberta auf ihn warteten und zudem eine Mathearbeit zu unterschreiben war. Kurz vor der Haustür klingelte sein Handy. Hallo, Henri, sagte die Gräfin. Wir haben gerade mit Moskau telefoniert, und die sind nicht sehr kooperativ. Der Agent sagte, Olga sei an einer Infektion gestorben. Er wollte mir weder die Telefonnummer des Arztes nennen, von dem er diese Diagnose angeblich hat, noch will er einer Obduktion zustimmen. Olga wird am Mittwoch beerdigt. Mist. Ich musste etwas gestehen, Annette. Er fummelte den Schlüssel in die Haustür. Was denn? Auf dem Weg nach oben erzählte er ihr so kurz wie möglich von Joyce und war erstaunt, als die Gräfin kommentierte: Gute Idee. Bis morgen, und auflegte. Von Walter würde er ihr ein anderes Mal berichten. Christa, Alberta und Poseidon hatten es sich gemeinsam auf dem Sofa gemütlich gemacht und begrüßten ihn. Die Wohnung roch nach Putzmittel, auf dem kleinen Balkon stand ein Ständer mit Wäsche und auf dem Tisch lag die Mattearbeit von Alberta. »Fleißkärtchen gesammelt«, ging es Henri durch den Kopf. Er unterschrieb die Arbeit, holte sich eine Flasche Rotwein aus dem Abstellraum und eine Dose Oliven aus dem Kühlschrank und setzte sich zu ihnen. Dienstag 20. Juni. Henri hatte es wieder vorgezogen, seinen Töchtern in Bad und Küche freie Bahn zu lassen, und war dementsprechend früh im Büro. Er wusste zwar, dass er ihnen viel Eigenverantwortlichkeit zumutete, ahnte aber auch, dass er nicht in seinem Beruf kürzer treten würde, um dafür zu sorgen, dass Christa und Alberta pünktlich zur Schule gingen. Weil Anne gestern ein Geschäftsessen gehabt hatte und sie nicht hatten telefonieren können, rief er sie jetzt an. Hi. Ihre Stimme klang wie oft um diese Uhrzeit rauh und verschlafen. Spät geworden gestern? Könntest du etwas leiser sprechen? Henri grinste, denn er kannte Anne gut genug, um zu wissen, wie geräuschempfindlich sie war, wenn sie einen Kater hatte. Er berichtete ihr von Joyce, die Anne von der Universität kannte, und von Alex. In der Nacht war Henri zu der Überzeugung gelangt, dass Alex richtig gehandelt hatte, sich das Training nicht entgehen zu lassen und dass es tatsächlich an irgendwelchen Terrordrohungen lag, dass vom SEK keiner einspringen konnte. Ann sah das anders. Sie war augenblicklich hellwach. Du musst endlich anfangen, gegen Sophia zu agieren, sonst kassiert sie dich ein, warnte sie. Ich denke, sie will euer Team demontieren. Wieso bist du dir da so sicher? Weil ich genauso vorgehe, wenn ich eine Abteilung umstrukturieren will. Frei nach Cäsar, teile und herrsche. Wie meinst du das? brummte Henri, dessen Laune sich merklich verschlechterte. Wenn ich eine Abteilung zerschlagen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich opfere den Führer oder seinen Adlaten. Alex war deiner. Super. Und was würdest du als nächstes tun? Misstrauen gegen dich sehen und dir die Ernte überlassen. Mein Team ist mir treu ergeben. Klar, siehe, Alex. Es sind doch nur zwei Wochen. Das ist eine lange Zeit, wenn sie einen guten Plan hat. Du solltest auch einen haben. An. Was erzählst du mir für einen Mist? Es klopfte und die Gräfin trat ein. Sie trug eine Mappe unter dem Arm. Ich muss Schluss machen. Sei gewappnet. Ich rufe dich heute Abend an. Annette Graf setzte sich Henri gegenüber und erkannte mit einem Blick, dass seine Laune gefährlich schlecht war. Was ist fragte er. »Ich kann auch später wiederkommen.« Sie stand auf. »Nein, bitte, bleib hier.« Henri wusste, wenn ein Mitglied seines Teams ihn kurz vor einer Besprechung aufsuchte, ging es stets um Insider-Informationen, die nicht für alle Ohren bestimmt waren, und momentan musste er nach jedem Strohhalm greifen. Die Gräfin stützte ihre Hände auf die Stuhllehne und sagte, »Bisher war es nicht nötig, es dir zu erzählen,« Jetzt scheint es hingegen angebracht. Joyce Darlington und ich sind seit letztem Jahr befreundet. Henri starrte sie einen Moment ungläubig an. Schließlich zog er eine Augenbraue hoch, reckte sein Kinn nach vorn und fragte: Du? Und Joyce? Reden wir von derselben Person, über die du letztes Jahr gesagt hast, sie sei so dumm, dass du dich weigern würdest, sie arrogant zu nennen? Dieselbe Joyce, die dir den Spitznamen Pumuckel gegeben hat? Annette schmunzelte. Sie wusste schon lange von diesem Spitznamen. Ja, genau die. Henri zündete sich eine Zigarette an und die Gräfin setzte sich wieder. Und du bist dir sicher, dass es auch für Joyce Freundschaft ist und nicht nur ein guter Zugang zu Polizeiinterner? Wenn ich mir dessen nicht sicher wäre, hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Deshalb war Joyce so genau im Bilde, was hier mit Sophia abläuft, stimmt's? Ja. Und ich habe heute Morgen schon mit ihr gesprochen, sie muss es irgendwie schaffen, dass Olga obduziert wird, bevor man sie beerdigt. Woran denkst du? Es könnte sein, dass Olga auf die gleiche Weise umgekommen ist wie der Taxifahrer. Annette blätterte ihre Notizen durch, legte den Zeigefinger auf eine Seite und fuhr fort. Ich habe mit einem Giftexperten gesprochen, Professor Dr. Müller, derzeit an der Pariser Sorbonne. Er kennt eine Reihe von Stoffen, die innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, Wodurch ich als Gerichtsmedizinerin nur Herzstillstand und keine Ursache mehr feststellen kann. Für die meisten Gifte musst du allerdings Experte sein. Es gibt jedoch auch Stoffe, an die du relativ leicht kommst und die wie Insulin oder Kalium durchaus den Tod herbeiführen können, wenn man die Dosierung kennt. Zorro klopfte und kam herein, nickte Henri zu und setzte sich neben Annette, mit der er am frühen Morgen die verschiedenen Möglichkeiten durchgesprochen hatte. Sowohl Insulin als auch Kalium kommen im menschlichen Körper vor, sind sogar lebenswichtig, erklärte Zorro. Bei einer Vergiftung mit Kalium, und da reichen je nach Körpergewicht 10 bis 20 Gramm Kaliumsalze, kommt es zu einer Herabsetzung der Herzfrequenz. Bis zum Herzstillstand, sagte Henri. Das verstehe ich. Es muss doch im Körper nachweisbar sein. Eben nicht, sagte die Gräfin bestimmt. Denn durch den Sterbevorgang schüttet der Körper große Mengen an Kalium aus. Quasi jede einzelne Zelle, die stirbt, erhöht den Kaliumgehalt. Deshalb ist auch sinnlos, das zu untersuchen. Letztlich kannst du bei jedem Verstorbenen eine Kaliumvergiftung unterstellen. Henri sank zurück in seinen Stuhl, starrte an die Decke und murmelte Und Insulin kommt ebenso im menschlichen Körper vor. Aber wieso lässt sich der so einfach eine Spritze setzen? Du hast keine Zeichen von Gewalt gefunden, oder? Nein, bestätigte die Gräfin. Wenn ich jedoch versiert bin, geht das mit einer winzigen Nadel sehr schnell. Der Täter muss hinter ihm gesessen haben, denn der Einstich ist am rechten Hinterkopf. Vielleicht hat er ihm einen Moment lang ein Messer an die Kehle oder eine Pistole in den Nacken gehalten. Zack schob ihren Kopf durch die Tür. Henri bemerkte sofort, dass sie sehr aufgeregt war. In fünf Minuten erwartet uns Staatsanwalt Dr. Heiner im Besprechungsraum. Ich glaube, wir bekommen mächtig Ärger. Alles klar, wir kommen. Sie standen gemeinsam auf. Manette Graf verstaute sorgsam ihre Notizen. Zorro wuschelte sich durch die ungekämmten Haare und prüfte seine Kleidung. Henri schob sein Notizbuch ins Jackett und fragte sich, ob Anne schon so bald Recht behalten sollte. In der Tür hielt er die Gräfin zurück. Nur kurz. Wie kam es zu der. Freundschaft zwischen dir und Joyce. Trotz der angespannten Situation lachte die Gräfin über Henri's Neugier. Jeden holen mal die Wurzeln ein. Ich habe Joyce letzten Oktober in einer irischen Kneipe in der Altstadt getroffen, deren Whiskyvorräte sie massiv dezimiert hatte. Sie schmetterte irische Volkslieder und erklärte mir, dass sie aus einer sechzehnköpfigen Familie stammt. Dreizehn Geschwister, alle rothaarig und grünäugig? Besser. Dreizehn Brüder. Deshalb landete sie auf dem Internat. Leben die alle in Deutschland? Ja, irgendwo in der Nähe von Flensburg. Annette lächelte. Joyce hat an dem Abend wirklich jeden unter den Tisch getrunken. Sie sagte, es liegt daran, dass sie, ganz wie das Klischee behauptet, als ihren immer einen Grund hat, um zu trinken. Wenn sie von der Familie weg ist, weil sie sie vermisst, wenn sie bei der Familie ist, um es auszuhalten. Naja. Und als ihr schlecht wurde, fiel sie ausgerechnet in meine Arme. Und dann? Frauensache. Komm, lass uns gehen. Henri stellte sich vor, wie Joyce mit whisky durchtränkter Stimme irische Widerstandslieder schmetterte. So etwas gab es bei Anne nicht, die verlor nie die Kontrolle. Er beneidete sie darum und bedauerte es manchmal. Im Konferenzraum standen auch an diesem längst zu heißen Tag die Fenster offen, in der Hoffnung, die schwüle Luft ein wenig in Bewegung zu versetzen. Das Thermometer zeigte seit 7 Uhr morgens 32 Grad an, Tendenz steigend. Nicht einmal ein Gewitter wünschte man sich, denn die letzten Tage hatten gezeigt, dass dadurch die Luft nur schwerer und feuchter und kein bisschen kühler wurde. Henri stutzte. Da Sophia Minokuglu entgegen ihrer Gewohnheit bereits da war. Ihre dicken Locken waren hochgesteckt und auf ihrer Oberlippe zeigten sich Schweißtropfen. Bernd und Zorro kamen mit Zack direkt hinter der Gräfin. Zu seiner Überraschung erschien auch der Jurist Dr. Hans Franzen und brachte den Staatsanwalt Dr. Heiner mit. Hans Franzen warf Henri einen warnenden Blick zu. Meine Damen sagte Dr. Heiner jovial und lächelte erst Sophia, dann Annette und Zack an. Werte Herren, wie Sie sicher alle wissen, hat der Staatsanwalt jederzeit das Recht, polizeiliche Ermittlungen zu übernehmen. Er ließ die drohenden Worte einen wirkungsvollen Moment lang im Raum stehen, öffnete zwei Knöpfe seines eierschalenfarbenen Leinenjackets und fixierte Kommissar Henri Laval. Sie sind ein Team, deshalb will ich daraus kein Geheimnis machen. Wenn ein leitender Hauptkommissar mit zwielichtigen Gestalten zusammenarbeitet, hat der Staatsanwalt einen triftigen, besser zwingenden Grund umgehend zu handeln. Das bedeutet in Ihrem Fall, Herr Laval, dass die Leitung Ihrer Mordkommission ab heute bei mir liegt. Ich diskutiere gerade mit meinen Kollegen bei der Staatsanwaltschaft, ob sie im Team bleiben können oder bis zur Klärung der Lage vom Dienst suspendiert werden. Dazu hören Sie später mehr. Die lähmende Stille wich nur zäh den drängenden Fragen. Henri wusste, dass Dr. Heiner auf Walter anspielte, der jahrelang auf dem Kiez gearbeitet hatte, offiziell als Buchhalter. Welche Bücher Walter dort führte, hatte Henri nie interessiert. Walters Lebenslauf war nicht lückenlos, auch das wusste er. Trotzdem hatte Henri den großen hageren Mann vom ersten Augenblick an, als der Zirkus Roncalli mit seinem Programm Commedia dell'arte in Düsseldorf gastierte, gemocht und ihm vertraut. Ich denke, sagte Dr. Heiner, es liegt Ihnen nicht daran, die Vergangenheit Ihres Freundes Walter Thiel vor versammelter Mannschaft zu diskutieren. Ich schlage deshalb vor, dass wir beide das später in einem Gespräch unter vier Augen tun. Er wandte sich dem Team zu. Bringen Sie mich bitte auf den aktuellen Stand Ihrer Ermittlungen, Frau Minokuglu. Sophia mied jeden Augenkontakt mit Henri Laval, ging nach vorn und referierte zunächst den Stand der Ermittlungen. Und berichtete anschließend von ihrem Besuch gestern Abend im Künstlerhaus. Sie wiederholte mehrfach, dass sie weder Amer noch Viktor für schuldig hielt, auch wenn die beiden es ihrer Meinung nach gern vorspielten. Schließlich wartete sie mit Neuigkeiten zu Antonios eigenwilliger Freundin auf. Susanna und der männliche Part der Cats, André, hatten vor fünf Jahren eine Affäre, die erst vor zwei Jahren ein jähes Ende fand, weil Antonio drohte, André zum Krüppel zu schlagen. Wir haben in den letzten fünf Tagen alle gelernt, wie enorm wichtig für Artisten ihre körperliche Unversehrtheit ist, und mit diesem Wissen erhält Antonios Drohung ein besonderes Gewicht. Ich unterstelle, jetzt machte auch Sophia eine Kunstpause und lächelte die Gräfin freundlich an, dass die Liebe wieder aufgeflammt ist. Denn dass die Cats engagiert wurden, geschah gegen Antonius Willen. Es war leicht für Susanna, zwei Kuchen zu backen. Es war genauso leicht für André, die Kuchen vor der Pause auszutauschen, da er von Susanna die Schlüssel für die Bürotüren erhalten konnte. Zorro hat herausgefunden, dass im statisch aufgeladenen Velourteppich im Büro des Theaterleiters zwei unterschiedliche Fußabdrücke in Schuhgröße 44 gefunden wurden. Moment, sprach Henri dazwischen. Es wurden nahezu alle Schuhgrößen auf dem Teppich sichergestellt. Lass mich einfach ausreden, erwiderte Sophia scharf, tauschte einen kurzen Blick mit dem Staatsanwalt und setzte ihren Monolog fort, während sie ihre Hände ineinander verschränkte. Diese Schuhgrößen waren die frischesten. Zorro, erläutern Sie das bitte. An Sophias Hals zeigten sich hektische Flecken, sie atmete flach, und Henri fragte sich, wie lange sie diesen Auftritt vorbereitet hatte und ob Zorro auf ihrer Seite war. Der Leiter der Kriminaltechnik blieb auf seinem Platz sitzen und erläuterte mit monotoner Stimme Beim Gehen über einen Teppich hinterlässt jeder Mensch Muster seiner Fußabdrücke. Wir nennen das triboelektrische Aufladung. Durch das Verteilen kleiner leichter Kunststoffkügelchen machen wir die Abdrücke sichtbar. Genau, übernahm Sophia das Wort. Diese Kügelchen haften umso besser, je jünger ein Fußabdruck ist. Zorro raschelte unwillig mit seinen Papieren und sagte laut: "Ja, genau deshalb haben wir auch einen wunderbaren Fußabdruck von Ihnen dabei. Wenn Sie mich heute morgen hätten ausreden lassen, hätte ich Ihnen zu Ende erklärt, dass der zeitliche Abstand zu den anderen Fußabdrücken so minimal ist, dass kein Richter das als Beweis akzeptieren darf." Sophia ließ sich nicht beirren. Und fand zu ihrem Zielthema zurück. Ich behaupte, André hat ein handfestes Motiv für diesen Mord, hatte die Möglichkeit, ihn zu begehen und ist geflohen. Ich habe die internationale Fahndung eingeleitet, begründeter Mordverdacht. Walter Thiel ist nicht verdächtig, der hätte es erstens jederzeit früher tun können, zweitens hat er ein Alibi und drittens kein aktuelles Motiv. Stimmt beides nicht dachte Henri und fragte sich, ob Walter womöglich den Mord an Antonio Nunez mit ihm als perfektem Alibi geplant hatte. Dürfte ich jetzt die restlichen Teamkollegen um ihre neuesten Erkenntnisse bitten, forderte Staatsanwalt Dr. Heiner. Die spanische Polizei hat sich heute Morgen gemeldet, erklärte Zack. Nach ihren Informationen hatte Antonio Nunez mit niemandem in Spanien Probleme. »Ein weiterer Punkt zugunsten der Ketz, beziehungsweise André«, sagte Sophia siegessicher und verschränkte die Arme über ihrem Busen. Obwohl es gut lief, fühlte sie sich nicht wohl. »Leider«, fuhr Zack fort, »können die uns den derzeitigen Aufenthaltsort der Nunez-Sippe nicht nennen. Zuletzt polizeilich gemeldet haben die sich bei der Polizei in Cadiz. Das war Samstag. Ob sie noch da sind, ist unklar. Sie wollten rüber zur Mittelmeerküste und weiter nach Malaga.« Nützt diese Information der Ermittlung? Fragte Dr. Heiner, nahm ein Taschentuch aus seinem Jackett und tupfte seine Stirn trocken. Die Luft im Konferenzraum war mittlerweile unerträglich. Es könnte immerhin sein, dass die kleine Schwester Josefa, die angeblich krank ist und jetzt reichlich Geld erbt, uns wertvolle Informationen über ihren Bruder Antonio geben kann, sagte Henri so ruhig wie möglich, denn nicht nur, dass er heute Morgen vor vollendete Tatsachen gestellt worden war, regte ihn auf. Sondern auch das sichere Gefühl, dass die Ermittlungen in die völlig falsche Richtung liefen. Ermittelst du immer weiter auf derart breitem Feld, wenn die Zielperson längst klar ist? Wundert mich nicht, dass du wertvolle Ressourcen bindest, anstatt sie den Kollegen zur Verfügung zu stellen, geiferte Sophia. Henri schluckte seinen Ärger mühsam herunter. Bernd duckte sich, Zorro malte, nur die Gräfin lächelte. Wie gedenken Sie, André, zu verhaften? Wandte sich Zack an ihre Chefin. Internationale Zielfahndung, damit habe ich Erfahrung. Auch in der Ukraine? fragte Henri nach, der an Maurice Hinweis dachte. Ausland ist Ausland. Die Ukraine sucht den Anschluss an Europa. Die werden schon Spuren. Falls André auf russischem Boden bleibt, wird es komplizierter. Zack nahm einen Bleistift aus ihrem Haarturm und trommelte damit leise auf den Tisch. Sie war die Einzige im Raum, die offensichtlich nicht schwitzte und die Sophia keinen Schritt entgegenging. Henri fing ein Zwinkern von ihr auf, als Zack sagte, Annette und ich haben heute Morgen ein weiteres Mal versucht, den Agenten der Ketz ans Telefon zu bekommen. Der Anschluss ist nicht erreichbar. Bei der Moskauer Meldebehörde erklärte uns ein Beamter in interessantem Englisch, dass dieser Agent, sie schaute in ihren Notizen, Wladimir Vutschenko nie in Moskau gemeldet gewesen ist. In den einzelnen Provinzen oder der Ukraine sollen wir bitte selber anrufen. Die Telefonnummer, die Walter uns gegeben hat, mischte jetzt auch Bernd sich ein, ist eine russische Prepaid Handynummer. Henri staunte, wie fleißig alle seine Mitarbeiter heute Morgen schon gewesen waren. Hatten sie etwas geahnt? Was ist mit der Adresse der Cats? Briefkastenfirma, antwortete Zack knapp. Meine Zeit ist begrenzt. Mischte Dr. Heiner sich ein. Herr Laval, ich würde gern mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Frau Minokuglu, Sie übernehmen kommissarisch, was für ein idiotisches Wort in diesem Zusammenhang, die Leitung der Ermittlung. Ich erwarte täglich einen Bericht. Er stand auf, wandte sich an das gesamte Team und sagte versöhnlich: Ich habe durchaus verstanden, dass es sich hier um einen sehr komplexen Fall handelt. Tun Sie Ihr Bestes, wie wir es von Ihnen gewohnt sind, und halten Sie sich möglichst wenig mit internem Kompetenzgerangel auf. In diesem Sinne, er tippte sich mit den Fingern gegen die Stirn, einen erfolgreichen Tag. Herr Laval, kommen Sie? Mürrisch stand Henri auf und folgte ihm. Bevor er die Tür des Konferenzraumes hinter sich schloss, hörte er, wie Sophia fragte, weitere Ergebnisse? Kaum in Henri's Büro angekommen, sagte Dr. Heiner, Laval. Ich hoffe, Sie kapieren, dass mir keine andere Wahl blieb. Henri setzte sich an seinen Schreibtisch, holte eine Packung Zigaretten aus der Schublade und bot Dr. Heiner eine an. Welch ein Paradies, dass Sie hier rauchen dürfen. Sophia hat es letzten Freitag verboten. Henri lehnte sich über den Schreibtisch und fixierte Dr. Heiner mit seinen stechend blauen Augen. Und wissen Sie was? »Es interessiert mich einen Scheißdreck, was dieses durchtrainierte Busenwunder meint, sagt, verbietet, ermittelt oder denkt.« Dr. Heiner nahm einen tiefen Zug und verschluckte sich am Rauch, weil er lachen musste. »Laval, <laughs> hören Sie mir bitte einen Moment zu. Hans Franzen hat seine Hand für Sie ins Feuer gelegt, sonst hätte ich Sie ohne Ansicht Ihrer Person suspendiert.« Er strich seine Anzughose glatt und rückte das Jackett zurecht. Ist ja nett, dass sich die Düsseldorfer Seilschaften ausnahmsweise nicht gegen mich richten, sondern mir sogar zu Hilfe kommen. Trotzdem werden Sie von Sophia Minokuglu Arbeitsanweisungen entgegennehmen müssen. Schaffen Sie das? Was hat Hans Franzen gesagt? Er gibt Ihnen zwei Stunden. Dann überschätzt er mich maßlos. Ich bitte Sie, mich für die Dauer der Ermittlungen zu suspendieren. Wenn der Mord gelöst ist, können wir in Ruhe über Walter sprechen. Jetzt fixierte Dr. Heiner Kommissar Laval, von dem er schon sehr viel gehört hatte, und drückte energisch seine Zigarette aus. Hans riet mir zu tun, was Sie wünschen, wenn ich ein Interesse daran habe, dass der Mord aufgeklärt wird. Und da es meiner Karriere schadet, wenn der Mord nicht aufgeklärt wird, folge ich seinem Ratschlag. Damit bin ich schon an der Uni bestens gefahren. Gut. Damit war für Henri das Thema erledigt. Er handelte, wie er es intern nie gewollt hatte. Kalkulierend. Wie an, dachte er. Die Suspendierung, das wusste er, war seine einzige Möglichkeit, Informationen zurückzuhalten, ohne sich sofort angreifbar zu machen. Wenn er Sophia zuarbeitete, bliebe sie ihm als Chefin erhalten, was er in seiner Freizeit tat, ging niemanden etwas an. Henri stand auf. Ich bitte Zack, alles vorzubereiten, werde unterschreiben und gehen. Man munkelt, die hat Haare auf den Zähnen, stimmt das? In dreierreihen. Herr Staatsanwalt, auf Wiedersehen. Henri schob ihn fast freundlich aus der Tür, schloss sie hinter ihm und atmete tief durch. Anne hatte also recht, schoss es ihm durch den Kopf. Sophia hat einen Plan, und sie ist schnell. Sophia hatte vom Team nur einsilbige Antworten erhalten. Die Gräfin beharrte darauf, dass sie ohne Obduktion von Olgas Leiche nicht weiterkommen werde. Zorro hatte alle kriminaltechnisch relevanten Daten abgeliefert und keinen neuen Tatort. Bernd behauptete, keine Neuigkeiten aus seinen Informationsquellen bezüglich der Artisten bekommen zu haben. Außerdem, sagte Zack, haben Sie ja Ihren Hauptverdächtigen und so sollten wir uns doch eher darauf konzentrieren, wie wir den schönen André wieder nach Deutschland bekommen. Was schlagen Sie also vor? Sophia zuckte zusammen. Denn ausgerechnet von der alten Sekretärin Zack hatte sie keinen Gegenwind erwartet. Sie wusste auch, warum Zack so herausfordernd agieren konnte. In ihrem Alter fürchtete sie nicht um ihre Karriere oder um den Verlust des Jobs. Wir brauchen Dolmetscher. Kümmern Sie sich darum. Alle gängigen Sprachen dieses riesigen Landes. Berns, versuchen Sie herauszufinden, ob die Cats vielleicht in anderen deutschen Künstleragenturen eingeschrieben sind. Susanna sagte mir, es sei üblich, mit mehreren Agenten zu arbeiten. Annette, ich möchte, dass du mit mir zu dieser Susanna fährst. Während du mit ihr redest, werde ich ihre Küche auseinandernehmen. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht das Mehl für den zweiten vergifteten Schokoladenkuchen finden. Sie stand auf und hoffte für einen Moment inständig, dass der Polizeipräsident recht behalten würde und Laval nur die Loyalität einem Verbrechen gegenüber kannte. Dann würde er die Aufklärung der Morde über ihre persönliche Fehde stellen. Angst machte sich in ihr breit. Würde sie gut genug sein oder wieder einmal versagen? Sie sagte angestrengt. Wir sehen uns heute Nachmittag um 16 Uhr wieder hier. Sie können gehen. Langsam packte sie ihre Sachen und zuckte zusammen, als Annette sie am Arm berührte und fragte. Kommst du? Als die Gräfin und Sophia am Aufzug warteten, sahen sie Henri Laval in Zacks Büro und wussten beide, was das zu bedeuten hatte. Sie stiegen in den Aufzug, und an der Art ihrer Atmung begriff Annette, dass Sophia mit geschlossenen Räumen ein Problem hatte. Wir hätten auch die Treppe nehmen können, sagte sie verständnisvoll. Merkt man es so sehr? Ja, wenn man es sehen will. Hast du das immer schon gehabt? Sophia wechselte das Thema. Du hast also recht gehabt, dass Henri mich als Chefin nicht akzeptieren wird. Als die Aufzugtüren sich wieder öffneten, versuchte sie ihre Erleichterung darüber zu verbergen. Vielleicht liegt es daran, dass wir miteinander im Bett waren. Die meisten Typen können damit nicht gut umgehen. Die Gräfin schluckte, um sich nicht zu verplappern. Es ist schon ein wenig illegal, was wir vorhaben, Sophia schloss das Auto auf und ging einen Schritt zurück, weil aus der Limousine heiße, mit Ledergeruch versetzte Luft strömte. Kommt auf den Blickwinkel an. Ich bin mir sicher, dass Susanna tief mit drin steckt. Sie war gestern sehr zugänglich. Ich glaube schon, dass man sie knacken kann. Irgendwann brechen sie alle zusammen. Annets Handy piepste. Ankunft einer Kurznachricht. Heute Abend bei mir. Groß H.« Was wichtiges? fragte Sophia und lenkte das Auto vom Parkplatz. Meine Tochter, log Annette und schrieb zurück, werde da sein. Die Fans, die nicht nach Berlin gereist waren, um die deutsche Mannschaft im Spiel gegen Ecuador anzufeuern, versammelten sich vor den überall in der Stadt aufgebauten Leinwänden und feierten den Sieg, als hätten sie ihn persönlich errungen. Zack kann mich nicht leiden, oder? Sie verehrt Henri. Mit seiner Suspendierung hast du sie dir zum Feind gemacht. Und das war höchst unklug, dachte Annette. Ich habe ihn nicht suspendiert. Wer hat der Staatsanwaltschaft die Infos über Walter gegeben? fragte Annette scharf. Ich bin zunächst einmal Polizistin, und wenn du das über Walter wüsstest, was ich weiß, hättest du nicht anders handeln können, wies Sophia Annette zurecht. Auch auf dem Graf-Adolf-Platz vor dem Künstlerhaus herrschte Partystimmung. Man hatte eine riesige Leinwand aufgebaut, vor der sich schon die Fußballfans versammelt hatten. Annette klingelte zum dritten Mal im Apartment 9, als endlich der automatische Türöffner betätigt wurde. Als sie im Dachgeschoss ankamen, stand die Wohnungstür offen. Es roch nach Aprikosen. Susanna kam barfuß aus der Küche und hielt ein Tablett in den Händen. Die Gräfin staunte über die ungewöhnliche Erscheinung mit den endlosen blondweißen Haaren. Sie haben mich bei der Meditation gestört. Ich habe später mit Ihnen gerechnet. Deshalb ist der Kuchen noch nicht fertig. Sophia antwortete verblüfft. Ich habe mich gestern nicht angekündigt. Folgen Sie mir, sagte Susanna mit ihrer Honigstimme und ging voran ins Wohnzimmer. Sie stellte die Tassen, den Zucker und die Milch auf den niedrigen Tisch, drehte sich langsam zu Sophia um und antwortete Doch, das haben Sie. Sie haben mir nicht alle Fragen gestellt, weil Sie während unserer Unterredung einen Plan gefasst haben. Sie waren plötzlich nicht mehr konzentriert bei der Sache. Setzen Sie sich bitte. Ich hole nur schnell den Kaffee. Oder möchten Sie lieber Tee? wandte sie sich an die Gräfin, die den Kopf schüttelte. Annette fasste im Geist zusammen, was sie von Alex und Henri über die Artistin wusste, und wappnete sich. Susanna kam zurück, nahm ihren Lieblingsplatz auf dem kleinen Sofa unter der Dachschräge ein, verteilte den Kaffee und verschränkte ihre Beine im Schneidersitz. Sie ließ ihre Augen einen Moment auf der Gräfin ruhen, blickte zu Sophia und fragte, Was möchten Sie wissen? Wir können weder André noch seinen Agenten finden, wir brauchen Ihre Hilfe. Wie sie es schon bei Henri und Alex getan hatte, fixierte Susanna einen Punkt hinter Sophia an der Wand. Sie schwitzen sehr stark und Ihr Schweiß riecht streng. Es ist besser, bei diesem heißen Wetter keine Milchprodukte zu essen und auf Alkohol zu verzichten. Der Gräfin blieb einen Moment der Mund offen stehen. Sophia errötete, wischte sich mit einem Taschentuch das Gesicht ab und bat, könnten Sie bitte beim Thema bleiben? Ich weiß nicht, wo Andrej ist. Er hat sich von mir verabschiedet. Er wollte so schnell wie möglich nach Moskau. Warum nach Moskau? fragte die Gräfin. Irgendetwas an Susannas gerader Haltung machte sie stutzig. Sie kannte dieses disziplinierte Geradesitzen nur von Menschen mit einem Rückenleiden und von Balletttänzerinnen. Susanna holte ihren Blick von der Wand zurück und heftete ihn auf die Gräfin. Plötzlich lächelte sie und antwortete: Ja, sie mussten schnell nach Moskau, weil klar war, dass Olga wirklich krank ist. Sie wollte auf keinen Fall zu einem deutschen Arzt. Warum nicht? Susanna legte den Kopf schräg, überlegte ein paar Atemzüge und sagte dann, schlechte Erfahrung nehme ich an. War Ihnen klar, dass Olga todkrank war? Ich glaube schon. Und woher? Ein Gefühl. Was für ein Gefühl? Annette hörte, dass Sophias Stimme zunehmend schriller wurde. Womit auch immer Susanna sie gestern eingewickelt hatte, heute brachte sie Sophia aus der Fassung. Als sei etwas Unvorhergesehenes geschehen, André roch nach Angst. Und Olga? War krank. Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein, noch etwas Kaffee? Sophia stand auf. Jetzt, nachdem Susanna es erwähnt hatte, roch auch Annette den Schweiß. Kann ich mal Ihr Bad benutzen? Es ist gleich neben der Küche. Kaum hatte Sophia den Raum verlassen, beugte Susanna sich über den Tisch, legte ihre weiße Hand auf die der Gräfin und sagte leise Können Sie morgen allein wiederkommen? Warum? Ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie den Kommissar mitbringen? Worum geht es? Das sage ich Ihnen morgen. Aber bitte, Sie müssen unbedingt kommen. Die Gräfin drehte sich zum Flur um, ob Sophia schon wieder in der Nähe war. Keine Sorge. Ich sehe, wann sie zurückkommt. Annette spürte die seltene Gabe Susannas, in die Menschen hineinzusehen, schüttelte das Unbehagen ab und fragte, Warum reden Sie nicht mit ihr? Sie hat Angst. Sie verbirgt etwas. Seien Sie vorsichtig mit ihr. Was ist mit diesen kräftigen Bärtigen? Seit gestern auf einer Fortbildung. Und mit dem attraktiven Kommissar? Seit heute suspendiert. Susanna setzte sich wieder gerade hin und schloss für einen Atemzug die Augen. Plötzlich stand sie auf. Wo wollen Sie hin? Mein Aprikosenkuchen verbrennt. Sie glitt geräuschlos durch den Flur und blieb in der Küchentür stehen. Riechen Sie das nicht? Sophia zuckte zusammen, schloss den Küchenschrank und drehte sich langsam zu Susanna um, während sie innerlich die Gräfin verfluchte. Der Aprikosenkuchen verbrennt. Riechen Sie das nicht? wiederholte Susanna. Nein. Sophia machte sich so dünn wie möglich, um Susanna vorbeizulassen. Die bückte sich zum Backofen hinunter, hielt mit der rechten Hand ihre langen Haare fest, öffnete mit der linken die Backofentür und nahm den Kuchen heraus. Wenn Sie die Backzutaten für den vergifteten Kuchen suchen, muss ich Sie enttäuschen, sagte sie, stellte das heiße Blech auf die Spüle, wo ein paar Wassertropfen verdampften, und drehte sich zu Sophia um. Ich hatte Mehlwürmer, wahrscheinlich wegen der Hitze. Schon am Sonntag habe ich alles, was ich an Mehl, Zucker und Backpulver hatte, weggeworfen. Sie ging an Sophia vorbei und warf ihr einen lächelnden Blick zu, während sie fortfuhr Ich weiß allerdings nicht, wann der Müll abgeholt wird. Die Tonnen stehen im Keller. Vielleicht finden Sie dort noch mein Mehl oder den Zucker. Allerdings könnte es auch das der anderen Bewohner sein. Wir kaufen alle im selben Supermarkt ein. Kaum fiel die Haustür hinter ihnen ins Schloss, fuhr Sophia die Gräfin an. Warum hast du sie nicht besser in ein Gespräch verwickelt? Ich bin keine Ermittlerin und in diesen Dingen nicht geübt. Annette stieg ein und schnallte sich an. Ihr gingen Susannas Fragen durch den Kopf. War es so, dass Alex absichtlich zum Training geschickt worden war? Die Gräfin hatte eigentlich beschlossen, Sophia entgegenzugehen, aber langsam wurde sie misstrauisch. In einem Film, dachte sie, Hätte ich das für Unsinn gehalten, was ich jetzt gerade selbst erlebe. So schwer ist das doch nicht! Sophia fuhr aggressiv los. So wie für dich, die Weichteile aus einer Leiche zu nehmen und nach der Untersuchung wieder ordentlich an ihren Platz zu legen. Sie prusteten gleichzeitig los und für einen Moment fiel die Spannung auch von Sophia ab. Henri ging hinauf in seine Wohnung und räumte die Reste vom Vorabend weg. Die Mädchen hatten offenbar bei Henriette gefrühstückt. Er wartete auf eine Antwort-SMS von Walter. Ratlos saß er vor seinen Unterlagen, die er auf dem Esstisch ausgebreitet hatte, und überlegte, wie er weiter vorgehen sollte. Er wählte Anns Telefonnummer und hoffte, sie wäre zu sprechen. Henri? Hast du Zeit? Wichtig? Sehr. Warte bitte einen Moment. Er hörte gedämpft, wie Ann etwas sagte, dann vernahm er ihren Schritt auf dem Marmorfußboden und das Klacken einer Tür. Da bin ich. Was ist los? So kurz wie möglich schilderte er ihr den Morgen und räumte ein. Du hast also recht gehabt. Glückwunsch. Darum geht es ja wohl jetzt nicht. Oder hast du angerufen, um deine schlechte Laune an mir auszulassen? Nein. Ich will wissen, ob es dir immer gelungen ist, Misstrauen zu säen. Ann lachte. Ja, ich nehme mir allerdings heraus zu denken, um ein wenig klüger als Sophia zu sein, denn in deinem Fall wäre ich anders vorgegangen. Was meinst du? Entweder sie war falsch informiert oder sie hat sich ein falsches Bild von dir und dem Team gemacht. Du hast drei Vorteile auf deiner Seite, die sie übersehen hat. Sie mögen Sophia alle nicht besonders, sie sind dir gegenüber loyal und, das ist der wichtigste Vorteil, da jeder von ihnen ein Ass auf seinem Gebiet ist, Fürchten Sie nicht um Ihre Jobs. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Deine Leute um dich versammeln. Sophia, so gut es geht, ausbremsen und aus dem Wir ausgrenzen. Menschen wie Sie sehnen sich im Grunde nur danach, dazu zu gehören und anerkannt zu werden. Du solltest dem engsten Team von dem Alibi erzählen, das du Walter gegeben hast. Besser, sie erfahren es von dir als von jemand anderem. Und? Sie machte eine Pause, weil sie ahnte, dass es Henri nicht gefallen würde. Du musst ihre Schwachstelle finden. Und zwar schnell. Den Täter zu finden hat momentan aber Vorrang, sagte Henri gereizt. Nicht wenn du deine Stelle los bist, bevor du ihn finden konntest. Henri zögerte einen Moment und sagte schließlich. Ich glaube, sie hat ein Problem mit Alkohol. Fast unmerklich zittern manchmal ihre Hände. Und sie riecht komisch. Anne gab einen anerkennenden Laut von sich und fuhr fort. Henri, du liebst deinen Beruf über alles. Du bist es gewohnt, den Ton anzugeben, zu leiten. Mach dir jetzt bitte nicht vor, es sei dir einerlei, ob du auf deinem Posten bleibst oder nicht. Also nutze dieses Wissen. Es passte ihm nicht, was Anda gesagt hatte, aber er musste zugeben, dass es stimmte. Laval setzte sich an den mit Papieren übersäten Esstisch stützte seinen Kopf in die linke Hand und kam zum Thema zurück. Und wenn es wirklich Sophias Schwachstelle ist, was soll ich mit dem Wissen anfangen? Dann wirst du dafür sorgen, dass diese Schwachstelle so eklatant ist, dass sie damit erpressbar ist. Hat sie nur ein Problem mit Alkohol, oder ist sie Alkoholikerin? Sorge dafür, dass letzteres stimmt. Nur auf diese Weise kannst du sie früher oder später auffordern, sich woanders einen Job zu besorgen. Henri schwieg verbissen. Ihn erstaunte stets aufs Neue, wie kaltblütig seine Freundin manchmal dachte. Menschen wurden zu Spielfiguren, emotionslos hin und her geschoben und, wenn nötig, vom Spielbrett gefegt. Dir bleibt keine andere Wahl, wenn du deinen Job behalten willst, sagte sie in sein Schweigen hinein und fügte leise hinzu. Ich weiß sehr wohl, dass dir das nicht passt. Was, wenn Walter es war? Wenn er mich als Alibi missbraucht hat? Henri inhalierte tief, stand wieder auf und schnippte die Asche in das Küchenspülbecken. Vielleicht hat er den Mord begangen, aber selbst wenn, ich glaube nicht, dass er dich in Schwierigkeiten bringen würde. Du bist sein Freund. Walter nimmt eine Freundschaft ernster als andere Menschen. Wie meinst du das? Für Walter hat Freundschaft noch mit Ehre zu tun. An? Hm? Es tut mir leid, dass ich mich so selten für deine Geschäfte interessiere. Sie schnalzte mit der Zunge. <laughs> es muss dir nicht leid tun. Und solange du immer bereit bist, mit mir ein paar Flaschen Rotwein zu killen, wenn ich die eine oder andere Million falsch versenkt habe, reicht mir das völlig. Danke. Ich versuche jetzt weiterzufinden. Kann ich dich heute Abend anrufen? Ja. Viel Glück. Henri legte auf und hielt einen Moment inne. Stimmt es, dass sie es mir nicht übel nimmt? fragte er sich. Manchmal versuchte Ann durchaus ihre Strategien und Entscheidungen mit ihm zu diskutieren, wollte einen Rat von ihm, und in solchen Momenten spürte er, wie einsam es gelegentlich an einer Konzernspitze sein konnte. Walter? Ja? Die Stimme klang hohl und hatte ein Echo. Wo bist du? In der Requisitenkammer. Wir brauchen für heute Abend einen anderen Vorhang. Ein Zauberer ist eingesprungen, um dem Programm wieder zur vollen Länge zu verhelfen. Hast du meine SMS nicht bekommen? Doch, ich hatte nur noch keine Zeit zu antworten. Was ist los, Henri? Du klingst ziemlich gestresst. Wir müssen uns sehen. Kannst du zu mir kommen nach Hause? Schon unterwegs. Mach schon mal Kaffee. Keine fünf Minuten später hörte Henri seine Tochter Christa die Treppe heraufspringen. Sie prallte mit der Tür fast gegen ihn. Du hier? Sie warf ihre Tasche auf das Sofa, zog die Sandalen von den Füßen und verschwand im Bad. Als sie kurz darauf wieder herauskam, hatte sie ein Handtuch unter dem Arm. Wir wollen mit ein paar Leuten zum Düsselstrand. Hausaufgaben, hakte Henri nach, um seine erzieherischen Pflichten zu erfüllen. Bei der Hitze haben selbst die schlimmsten Lehrer ein Herz für die Sträflinge. Alberta ist auf einem Ausflug im Neandertal und kommt um 18 Uhr mit dem Zug wieder in Düsseldorf an. Oma holt sie ab. Gut organisiert, junge Dame. Wenn du deine Schuhe und die Schultasche in dein Zimmer räumst, kannst du verschwinden. Mürrisch folgte sie der Aufforderung. Henri unterdrückte mühsam die Frage, ob unter dem Sammelbegriff ein paar Leute auch Jungs fielen. Es klingelte. Henri fragte sich, ob das schon Walter war, denn die Requisitenkammer lag weit draußen in der Nähe des Flughafens. Tatsächlich war es sein Freund, der die Treppe heraufkam. Bist du geflogen? Taxifahrer mit heißem Reifen. Der hat mich nur abgesetzt und bringt den Vorhang ins Apollo. Er lächelte. Hallo Christa, was machst du denn hier? Alberta und ich wohnen seit Samstag bei Papa. Walter schmunzelte und hielt ihr die Wohnungstür auf. Sie warf ihm eine Kusshand zu und verschwand. Gut, dass ich schon so alt bin. Also Henri, wo drückt der Schuh? Während sie den heißen Kaffee mit viel Zucker tranken, Berichtete Henri von den Ereignissen des Morgens und gab am Ende seiner Erzählung kleinmütig zu, dass er auch ihn im Verdacht habe. Walter stand schweigend auf, ging zur Terrassentür und trat in die heiße Sonne hinaus. Henri ahnte, dass ihre Freundschaft auf dem Spiel stand. Trotzdem fragte er sich immer wieder War Walter in der Pause bei Nunies gewesen? Hatte er, in dem kurzen Moment, den er vor Henri in Nunies Büro gewesen war, etwas weggenommen oder hingelegt? Nach zehn Minuten kam Walter herein, blieb vor dem Tisch stehen und sah auf Henri hinunter. Vertraust du mir? Henri nickte mechanisch. Walter setzte sich und sagte langsam: Ich habe keine Lust darauf, dass irgendwer in meiner Vergangenheit rumwühlt. Dafür gibt es keinen Grund, und das geht niemanden etwas an. Ich würde es dir übel nehmen, wenn du dich von mir distanzieren würdest. Ich verstehe deinen Konflikt. Erzähl deinen Leuten, was sie von mir wissen müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Danke. Das werde ich heute Abend tun. Und dann ist da noch etwas. Susa Bertini. In Walters Augen flackerte es unsicher. Er senkte den Blick und sagte, An dem Tag habe ich mir geschworen, Antonio umzubringen. Er schluckte, stand wieder auf, nahm von Henrys Bar einen Martini und holte sich Eis aus dem Kühlfach, bevor er zurück an den Tisch kam. Ich habe dieses Mädel mit auf die Welt gebracht, verstehst du? Zwischen Elefanten und Giraffen. Wir hatten keine Zeit mehr, den Doktor zu holen. Ich habe mit ihr die ersten Übungen auf dem Seil gemacht, ihre Knie verpflastert, wenn es sein musste, und sie getröstet, wenn sie bei den verschiedenen Nachwuchspreisen nicht berücksichtigt wurde. Walter starrte auf seine Finger, als wolle er prüfen, ob sie vollzählig waren. Seiltanz war ihr Leben fügte er leise hinzu. Stell dir vor, du könntest wegen irgendeines Unfalls, den du nicht zu verantworten hast, deine Arbeit nicht mehr machen. Henri legte ihm eine Hand auf die Schulter, weil der Schmerz in Walters Worten so deutlich zu hören war. Und dann ist sie beim Winterzirkus letztes Jahr in Paris Antonio begegnet. Sie war im Prinzip eine zweite Susanna für ihn. Selbst der Name passte absurderweise. Walter zwirbelte seinen Bart. Er versprach ihr, sie groß rauszubringen. Er, der Lackaffe mit seinen lächerlichen Kontakten, nahm sie mit nach Deutschland. Bis zu dem Unfall hat Susa bei ihm und Susanna gewohnt. Wie bitte? fragte Henri ärgerlich. Jede Neuigkeit hielt einen weiteren Fallstrick bereit, anstatt die Ermittlungen zu erhellen. Warum hat sie nicht bei dir gewohnt? Ach, Henri. Die gnadenlose Liebe eines jungen Mädchens wirst du ganz sicher in Kürze bei deinen Töchtern entdecken. Der galante Antonio mit seinen Komplimenten, seinen schwarzen Augen und vollen Lippen, Weiberheld der Düsseldorfer Schickeria, Theaterleiter. Selbst Christa fand ihn attraktiv. Henri stand auf, setzte Wasser für neuen Kaffee auf und fragte: "Warum macht Susanna das mit? Sie ist eine wunderschöne, außergewöhnliche Frau. Warum lässt sie die Kronprinzessin bei sich wohnen?" Er drehte sich zu Walter um und lehnte sich an die Spüle. Susanna war mehr auf Antonio angewiesen, als dir klar ist. Für sie als Staatenlose war er sozusagen die Aufenthaltserlaubnis. War dieser Antonio wirklich so ein Weiberheld? Ja, Henri, das war er. Unersättlich. Für die Frauen der Düsseldorfer Schickeria war es hip, sich mit einem echten spanischen Zigeuner zu zeigen. Susa war so formbar wie Susanna damals. Er brauchte immer eine Frau, die er nach seinen Wünschen modellieren konnte. Henri füllte das kochende Wasser in die Glaskanne, drückte behutsam mit dem Sieb das Kaffeepulver nach unten und kam zurück an den Tisch. Walter ließ sich von Henri die Tasse neu füllen, hob vier Löffel Zucker hinein und rührte konzentriert. Der Löffel verursachte ein kratzendes Geräusch an der Innenseite der Tasse. Wie wird Susanna sich jetzt finanzieren? Keine Ahnung. Aber es würde mich sehr wundern, wenn sie nicht längst einen Plan hätte. Sie ist eine kluge Frau. Auch wenn sie lange nicht mehr aufgetreten ist, selbst das Apollo würde sie mit Kusshand nehmen. Henri schlürfte den heißen Kaffee und fragte: Kannst du uns mit André weiterhelfen? Wir können ihn nicht erreichen, ebenso wenig wie seinen Agenten. Walter zuckte mit den Schultern. Ich habe keine Ahnung, ob die auch bei einer deutschen Agentur eingeschrieben sind. Frag Maurice. Wieso Maurice? Er war lange mit André befreundet. Ich dachte, Maurice hatte was mit Olga. Stimmt. Schließt sich das aus? Henri dröhnte der Kopf. Ich fasse zusammen. Olga und André waren verheiratet. Olga hatte was mit Maurice, während dieser mit André befreundet war. André hatte gleichzeitig etwas mit Susanna, worauf Antonio nicht gut zu sprechen war, während Antonio die kleine Susa in die gemeinsame Wohnung brachte. Habe ich was vergessen? Als Walter Henri's ratloses Gesicht sah, fing er schallend an zu lachen. Ich kann doch auch nichts dafür, Kommissar. Walters Handy klingelte. Er ging dran, gab einsilbige Antworten und sagte, nachdem er aufgelegt hatte: Das Apollo. Die kriegen den Vorhang für den Zauberer nicht montiert. Treffen wir uns wie abgesprochen bei den Künstlerwohnungen ab 17 Uhr. Dann sind alle bei der Probe. Es kann sein, dass nur Zorro kommt. Ich will diesem Doktor Himmel mal auf den Zahn fühlen. Sieh zu, dass du zeitig hinkommst, denn ab mittags fangen die Pillen, die er morgens einwirft, so richtig anzuwirken. Zorro saß konzentriert an seinem Mikroskop. Unten in der Kriminaltechnik war die Luft etwas abgestanden. Die Hitze hatte den Keller jedoch bisher nicht erreicht. Er seufzte, denn sämtliche Vergleichsanalysen der aus den Künstlergarderoben entnommenen Fasern und Partikel waren wertlos. Jedes Mal, wenn sein Blick über die beschriebenen Tütchen glitt, konnte er sich des Gefühls nicht erwehren, dass etwas fehlte, was gestern Abend dagewesen war. Von der Tür kam ein leichter Luftzug. »Hallo, Bernd.« »Puh, kann ich meinen Computer holen und hier unten arbeiten?« Zorro grinste lässig. »Was zahlst du?« »Bist nicht der Erste, der zur Untermiete einziehen will.« »Kapitalist.« »Dann frage ich eben die Gräfin.« »Schon klar.« da bist du auch nie einsam. Hast du was für uns? Nicht so richtig. Antonio konnte scheinbar seinen Rechner nicht selbst bedienen und musste alles mit der Sekretärin machen. Deshalb finden sich bei der auf dem PC nicht einmal schmutzige Sexseiten. Überhaupt hat der Laden ziemlich kluge Firewalls. Kurzum, nein, die Aktion hat sich nicht gelohnt. Außer, dass ich jetzt weiß, was so ein Artist verdienen kann. Und? Umschulung? Ja, schon, wenn du gut im Geschäft bist. Und bei dir? Zorro fuhr sich durch die drahtigen Haare. Nix. Offenbar ist der ganze Laden eine Ansammlung von Schminke, Stoffen, Schuhen, Fasern, was weiß ich, und nirgendwo ein Schokoladkrümel. Das wäre auch zu leicht gewesen. Ja, murmelte Zorro. Andererseits bedeutet das vielleicht, dass es keiner der Artisten war. Hast du so viel Zeit für eine gründliche Untersuchung? Danke, du Schlauberger. Nein. Leisten die Wohnung dran. Wer weiß. Vielleicht finde ich dort ein wenig Schokolade. Bernd legte sich auf das Sofa, seufzte und schloss die Augen. Nach ein paar Minuten Ruhe sagte er plötzlich: Diese Olga war gut versichert. André wird um die 50.000 Euro erhalten. Zorro hielt in seiner Arbeit inne und gab einen anerkennenden Laut von sich. Wieso findest du eine Versicherung, wenn Sophia nicht einmal einen Wohnsitz auftreibt? Steht in der Police eine Adresse? Ja, ich glaube aber, das behalte ich erst einmal für mich. Sophia ist nicht so blöd, dass sie mir glauben würde, ich sei auf legalem Weg an die Infos gekommen. Außerdem will ich erst mit Henri quatschen. Zorro stand auf und legte die Tütchen zurück in das verschließbare Fach seines Schreibtisches. In diesem Moment klopfte es. Zorro und Bernd zuckten zusammen. Herein? sagte Zorro. Meine Herren? Gräfin, ich habe schon befürchtet, es wäre Sophia. Na, bei euch beiden habe ich schon stark den Eindruck, dass ihr sie allein dank der immensen Oberweite schätzt. Gräfin, wir sind vielleicht einfach strukturierte Wesen, aber so simpel nun auch wieder nicht, sagte Bernd und setzte sich aufrecht. Was Neues? fragte Annette, hörte erst Bernd, dann Zorro zu und sagte schließlich, Ich habe auch etwas, das toxikologische Gutachten meiner Kollegen an der Münchner Uni hat bewiesen, dass es sich bei dem Taxifahrer sehr wahrscheinlich doch um Mord handelt. Die Einstichstelle ist tatsächlich eine, und sie konnten sogar mittels eines besonderen Verfahrens Reste von Insulin feststellen. Natürlich. Zorro schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Die Spritzen fehlen. Welche Spritzen? fragte unvermittelt Sophia, die hinter der angelehnten Tür auftauchte. Da alle betreten schwiegen, war sie sicher, dass hier Informationen ausgetauscht wurden, die nicht für ihre Ohren bestimmt waren. Annette fasste sich als Erste. Sie war sicher, dass sie zu leise gesprochen hatte, als dass Sophia sie hinter der angelehnten Tür hätte belauschen können. Die Spritzen. Ich hatte Zorro gebeten, ein paar Tests zu machen, um die Einstichstelle bei dem Taxifahrer der richtigen Spritze zuzuordnen. Es war wirklich ein guter Tipp von dir, bei dem Taxifahrer nach einer Einstichstelle zu suchen. Und was ist das hier? unterbrach Sophia die Gräfin und schob mit der Fußspitze ein durchsichtiges Tütchen in die Raummitte. Zorro brach der Schweiß aus, er bückte sich trotzdem, drehte es herum und las erleichtert Antonio Nunes Büro. Es wundert mich, dass Sie so sehr geschätzt werden, wenn Sie derart sorglos mit Beweismaterial umgehen. Oder ist es, wie bei Laval, dass Sie sich auf den Erfolg Ihres Teams nach oben geschaukelt haben? Mein Gott, Sophia dachte die Gräfin mitleidig. Du brauchst keine weiteren Feinde, sondern Verbündete, wenn du überleben willst. Ich schlage vor, Sie arbeiten künftig mit Steffen Schwarz zusammen, ein sehr kompetenter Kollege meines Teams, erwiderte Zorro schroff und sehr bestimmt. Ich glaube nicht, dass Sie das zu entscheiden haben, sagte Sophia und ging einen Schritt auf ihn zu. Und ob wir sind ein interdisziplinäres Team mit dem Ziel, stets die am besten geeigneten Köpfe zusammenarbeiten zu lassen. In der Kriminaltechnik entscheide ich, wer mit einem Fall betraut wird. Wenn ich der Meinung bin, dass Steffen Schwarz etwas besser kann als ich, dann ist das so. Annette konnte sich nicht erinnern, Zorro jemals so aufgebracht erlebt zu haben und schon gar nicht dermaßen autoritär. Er griff zum Telefon, tippte eine Kurzwahl ein und sagte knapp, Steffen, Kommst du bitte mal rüber? Sekunden später erschien ein kleiner, drahtiger Mann mit einem strahlenden Gesicht. Annette unterdrückte ein Grinsen, denn Steffens Nase befand sich exakt auf Augenhöhe mit Sophias Oberweite. Steffen, das ist Sophia Minokuglu, kommissarische Leiterin und Repräsentantin der Abteilung Serienmord. Aufgrund deiner außerordentlichen Kompetenz wünsche ich, dass du die Kriminaltechnik im Fall Apollo Mord übernimmst. Mit einem Schritt war Zorro beim Schreibtisch, drückte Steffen einen Hefter in die Hand, öffnete weit die Tür und sagte Bitte, ich habe zu arbeiten. Wenn Sie glauben, Sie kommen damit durch, sind Sie noch durchschnittlicher, als ich dachte, sagte Sophia mit kaum verhohlenem Zorn. Zorro erwiderte nichts, sondern wies noch einmal mit der Hand den Weg aus seinem Büro. Annette fasste Sophia am Arm und zog sie hinter sich her. Bernd war auf dem Sofa sitzen geblieben. Also, welche Spritzen? kam er auf das Thema zurück, als habe die Szene gerade gar nicht stattgefunden. Zorro versuchte mit zusammengekniffenen Augen die Situation in der Künstlergarderobe zu visualisieren. Er hatte die Spritzen in der Hand und hielt sie Henri hin, als plötzlich Victor erschienen war und ihm die Spritzen aus der Hand genommen hatte. Dann kam Amer. Es gab ein Geplänkel um die Plastiktütchen, die Amer schließlich Henri überlassen hatte. Die Spritzen waren dabei verschwunden. Die Spritzen, die Antonio Nunez angeblich benutzt hat, um die Blutproben der Artisten zu nehmen. Ich habe sie nicht dabei. Victor hat sie mir nicht gegeben. »Das müssen wir heute Abend unbedingt besprechen,« sagte Bernd, erhob sich und bog seinen Rücken durch. »Und ich glaube, ich werde mich jetzt mal mit dem LKA Hessen und dem BKA vernetzen.« es muß doch etwas über die attraktive Dame zu finden sein. So langsam geht sie selbst mir auf die Nerven. Wir sehen uns bei Henri. Zorro murmelte etwas, das wie ein Ja klang, und schaltete das Mikroskop wieder ein. Henri bog in die Andreastraße ein und suchte nach einem Schild, auf dem Doktor Himmel stand, denn der Arzt war weder im Branchenbuch noch bei der Auskunft zu finden gewesen. Walter hatte ihm gesagt, es müsse ziemlich in der Mitte der Straße liegen. Als er zweimal die Straße entlang gelaufen war, vorbei an einigen gut alkoholisierten Fußballfans, betrat er das Annabelle, eine Kneipe im Stil der Sechziger und fragte gereizt, Dr. Himmel, sagt Ihnen das was? Der hakere Typ hinter der Theke polierte ungerührt das Weinglas zu Ende, stellte es fast zärtlich in das Regal über den Flaschen, rückte seine Designerbrille zurecht und fragte zurück, Wer will das denn wissen? Die liebe Polizei, antwortete Henri routiniert. Er hatte diese Frage in seiner Laufbahn schon zu oft gehört und zu oft beantwortet. Wie wäre es unter diesen Umständen mit einer Dienstmarke? fragte der Kneipier, nahm das nächste Glas aus der Spülmaschine unter der Theke und polierte es ebenso gewissenhaft wie das erste. Verdammt, dachte Henri, denn der Griff in die Leere seiner Jacketttasche erinnerte ihn daran, dass er hier nicht offiziell ermittelte. Habe ich gerade nicht dabei, sagte er so lässig wie möglich. Schon klar, war die Antwort. Das Glas wanderte ins Regal. Das nächste kam aus der Spülmaschine. Er ignorierte Laval. Fünfzig. Einhundert. Okay. Aber dafür bekomme ich zusätzlich nicht nur einen Kaffee, sondern etwas mehr Fleisch an das Gerippe. Mit einer routinierten Geste stellte der Kneipier eine Tasse unter die Kaffeemaschine. Betätigte den Knopf und stellte das nächste polierte Weinglas ins Regal. Mit einer Kopfbewegung wies ihr ja Henri den Tisch in der Ecke zu, wo es fast dunkel war. Schließlich kam er mit dem dampfenden Kaffee um die Theke herum, stellte die Tasse ab und hielt die Hand auf. Der 100-Euro-Schein verschwand. Ich heiße übrigens Joe. Joe Tennis. Henri Laval. Ich weiß. Er grinste Henri an. Wir lesen gelegentlich die Zeitung. Es ärgerte ihn, dass er sich hatte hereinlegen lassen. Wo finde ich Dr. Himmel? Mit der gleichen Kopfbewegung, mit der er ihm den Tisch zugewiesen hatte, machte er Henri jetzt auf eine Tür neben den Toiletten aufmerksam. Dort fand sich auch das Messingschild. Urologe Dr. Andreas Himmel Termine nur nach Vereinbarung. Ungewöhnlicher Eingang für eine Praxis. Sie können auch die Tür von außen nehmen, nur hängt dort kein Schild. Den Eingang nutzen nur Eingeweihte. Oder die, die nicht gesehen werden wollen. Ist damals so entstanden. Andreas hatte keine Kohle nach der Uni. Seine Familie ist zwar stinkreich, doch er ist das schwarze Schaf und hat nichts abbekommen. Deshalb ist er geblieben. Zumindest hat mein Vater mir das so erzählt. Praktiziert er noch? Joe zuckte gleichgültig mit den Schultern. Oder seufzt er nur? Schweigen. Hör zu, mein Freund, sagte Henri gereizt. Du glaubst nicht, wie schnell ich dich auf dem Kreuz liegen habe und den Hunderter wieder in meiner Tasche, und du machst den Laden heute nicht mehr auf, weil dein Handgelenk böse verstaucht ist. Nein, er säuft nicht. Zumindest nicht mehr als andere. Er verschreibt ein paar Leuten Pillen und finanziert sich damit. Was für Pillen? Himmelmacher eben. Zum Entspannen. Ich kümmere mich nicht wirklich um ihn, solange er die Miete zahlt, und das tut er jeden ersten des Monats. War Antonio Nunez regelmäßiger Gast? Wieder zuckte Joe mit den Schultern. Hör zu, Alter, ich schmeiß hier den Laden und wer da hinten durch die Tür verschwindet oder durch den Flur kommt und die Treppe raufgeht, ist nicht mein Geschäft und interessiert mich auch nicht. Du bekommst also nicht nur Miete, sondern auch noch Schweigegeld? Als er keine Antwort erhielt, stand Henri auf. Ist er da? Joe nickte und Henri öffnete die Tür, die zur Praxis führte er gelangte in ein Treppenhaus mit schmalen schiefen Holzstufen. Wasser rauschte durch die freiliegenden Leitungen, und auf halber Treppe stand eine Tür offen, aus der ein Geruch drang, wie nur Jahrealter Urinstein ihn verströmt. In der ersten Etage klopfte Henri energisch an die Tür von Dr. Himmel. Kurz darauf wurde ihm geöffnet. Henri hatte in seiner Vorstellung mit einem kleinen, fetten Mann gerechnet, und war einen Moment irritiert, Dr. Himmel auf Augenhöhe zu haben. Seine Haut war gelblich ledern und das Gesicht von geplatzten Äderchen übersät. Er hatte die Magerkeit eines von Drogen ausgezehrten Menschen und blickte Henri aus unnatürlich klaren Augen an. Die Pupille war nur noch stecknadelkopfgroß. Trotz der geschwollenen Tränensäcke und der grauen, mit Pomade nach hinten gekämmten Haare haftete ihm etwas seltsam Elegantes an. Vielleicht lag es an dem getrimmten Schnauzbart. Kommen Sie bitte herein. Joe hat Sie angemeldet, sagte er. Ist Joe Ihre Vorzimmerdame? Wenn Sie so wollen. Er führte Henri in ein Sprechzimmer, das sauber und ordentlich war. Dr. Himmel zog einen weißen Kittel über, nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und wartete, dass Henri sich setzte. Was kann ich für Sie tun? Ich ermittle im Mordfall Antonio Nunes sagte Henri unumwunden und bemerkte, dass Dr. Himmel sich straffte. »Ich habe Herrn Nunez seit geraumer Zeit nicht mehr als Patienten gehabt und von seinem tragischen Tod aus der Zeitung erfahren. Könnte ich bitte seine Unterlagen haben?« »Schweigepflicht«, sagte Dr. Himmel routiniert. »Von der Sie nach dem Tod eines Patienten, besonders wenn es um Mord geht, entbunden sind.« Als Dr. Himmel nicht reagierte, stand Henri auf und sagte, »Wollen wir gemeinsam suchen?« Henri sah den Ausdruck absoluten Unbehagens in Himmels Augen und wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. Oder soll ich den Staatsanwalt anrufen und wir warten auf den Hausdurchsuchungsbeschluss? Himmel gab klein bei, fuhr mit einer nervösen Geste über den Schreibtisch und öffnete ein Schubfach im Container rechts von ihm. Hier. Dr. Himmel breitete verschiedene Papiere auf dem Schreibtisch aus. Es waren Karteikarten von Artisten, die im Apollo aufgetreten waren einige kannte Henri, andere nicht. Warum hat Nunies die Blutproben genommen?, fragte Henri nach, denn unter jeder Karteikarte stand: angeliefert durch Nunies und das Datum. Herr Laval, ich muß Ihnen doch nicht erklären, dass es nicht so richtig legal war, was Antonio Nunez machte, oder? Henri nickte und notierte sich alle Namen. So war es unauffälliger, erklärte der Arzt. Schämen Sie sich nicht? Man hat nicht immer die Wahl, antwortete Dr. Himmel und wies auf die Tür. Mein Wartezimmer ist meistens leer. Hier landen höchstens mal ein paar Betrunkene, die sich auf der Andreastraße die Köpfe eingeschlagen haben. Henri schob die Papiere zusammen und gab sie Dr. Himmel zurück. Welche Drogen nehmen Sie? Heroin? Koks? fragte Henri. Das geht Sie nichts an. Es ist nichts Illegales dabei. Wie hat Nunez Sie gefunden? Dr. Himmel strich über die Schreibtischkante, sammelte sich einen Moment und sagte dann sehr langsam, Der technische Leiter des Apollo kannte meine Adresse. Verdammter Mist, dachte Henri. Schon wieder Walter. Haben Sie Herrn Thiel behandelt? Nein, er kannte mich durch einen Knastbruder. Aha. Und mit welchem Anliegen kam Herr Nunez das erste Mal zu Ihnen? Er wollte rezeptfrei ein paar Schmerzpillen für seine Hausapotheke. Die Sie ihm gaben? Henri trommelte mit den Fingern auf dem Schreibtisch. Hören Sie, ging Dr. Himmel in die Offensive. Wenn Sie mich hier runterputzen wollen, tun Sie das und verschwinden Sie. Ja, ich bin eine Blamage für die ganze Branche, und es ist mir schon lange egal. Ich verschreibe Ihnen, was Sie wollen. Ich untersuche, was immer sie mir liefern, ob es Urin, Sperma oder Blut ist, und ich untersuche es auch, auf was sie wollen, für gutes Bargeld. Was man über mich sagt, ist mir scheißegal. Ich pfeife auf nachträgliche Mythen zu meiner Person. Dem Chinesen war zum Beispiel das Insulin ausgegangen, und bis der mit seinen Sprachkenntnissen und ohne Auslandskrankenschein bei einem guten Arzt ein Rezept bekommt, kommt er lieber zu mir, zahlt ein wenig mehr und hat keinen Stress. Dr. Himmel blickte Henri gerade ins Gesicht. Nunius wollte Blut untersucht haben und zahlte gut, also habe ich es untersucht. Worauf? Alles Mögliche. Hepatitis, Infektionskrankheiten, Antikörper, Blutgruppenbestimmung, Leuko, Hb, HdL, LdL und ge- Er brach mitten im Satz ab. Und was? Und Geschlechtskrankheiten. Vervollständigte Himmel. Sein Blick flackerte, was Henri auf die Drogen schob. In diesem Moment vibrierte das Handy in Henris Tasche. Zorro ruft an, stand auf dem Display. Zorro? Kommst du zum Künstlerhaus oder soll ich allein? Vielleicht komme ich später nach. Walter lässt dich rein. Ansonsten sehen wir uns gleich bei mir. Klar, Chef. Henri lächelte. Zorros Worte taten ihm gut. Er sah sich genauer in dem Raum um. Ihn irritierte, dass das Sprechzimmer so akkurat und sauber wirkte, wie man es bei einem praktizierenden Arzt erwarten würde. Es gab keinerlei Anzeichen von Verwahrlosung, wie es in Henrys Vorstellung der Umgebung eines Drogensüchtigen und Pillenschluckers entsprach. Nur Himmels Haut und seine Augen zeigten deutlich, dass es seiner Leber nicht gut ging. Ich versuche, den Schein zu wahren, sagte Himmel, der groß und hager wie eine Krähe hinter seinem Schreibtisch kauerte. Henri stand auf und ging auf die Tür hinter Himmel zu. Was befindet sich hinter dieser Tür? Dr. Himmel grinste aufgeräumt. Das Wartezimmer. Henri drückte die Klinke herunter und öffnete. Hier standen sogar Pflanzen, um die sich ganz offensichtlich jemand kümmerte. Zeitschriften lagen auf einem niedrigen Tisch, und das Fenster zur Straße war geöffnet. Henri drehte sich um und zeigte auf die Tür gegenüber hinter Himmels Schreibtisch. Und was ist mit der Tür da? Privat. Da müsste ich Sie doch bitten, mit einem Durchsuchungsbeschluss zu kommen. Henri ahnte, dass er angelogen wurde, denn die Tür bestand aus Milchglas und er erkannte die Umrisse einer Liege. Ihr Wohnzimmer? Vielleicht. Mit einem Satz war Henri am Schreibtisch vorbei, doch umsonst die Tür war verriegelt. Ich schlage vor, Sie gehen jetzt, Kommissar Laval. Dr Himmel stand auf und wirkte sehr souverän, keine Spur mehr von der anfänglichen Unsicherheit. Wenn sie etwas zu verbergen haben, werde ich es finden, drohte Henri. Sicher. Der Arzt öffnete die Tür zum Hausflur und Henri ging an ihm vorbei nach draußen. Im Erdgeschoss hinter der Tür, die zur Kneipe führte, wartete er, ob die Kommunikation auch in die andere Richtung funktionierte. Würde der Kneipier ins Treppenhaus kommen, um zu sehen, wo Henri abblieb? Eine kleine Glühbirne baumelte von der Decke und erleuchtete diffus den Hausflur mit dem Ausgang zur Straße hin, wo sich auch ein Briefkasten befand, auf dem Doktor Med Andreas Himmel stand. Henri blieb einen Moment stehen, ehe er auf dem Geländer wieder nach oben kletterte, um das Knarren der Stufen zu vermeiden. Neben dem Praxiseingang gab es eine weitere Tür, die, wenn seine Überlegung stimmte, in den Raum hinter Himmels Schreibtisch führen müsste. Er drückte vorsichtig die Klinke hinunter und atmete erleichtert auf, als sich die Tür mit einem leisen Stöhnen öffnete. Henri wartete einen Moment, ob Dr. Himmel auftauchen würde, doch er tat es nicht. Das Fenster der Tür gegenüber war mit schwarzem Stoff zugehängt, der nur einen Spalt Tageslicht durchließ. Die Tür zum Sprechzimmer war mit der Liege zugestellt, die er von der anderen Seite schemenhaft erkannt hatte. Er wünschte sich, die Gräfin wäre bei ihm, denn das, was er hier sah, erinnerte ihn mehr an einen Operationssaal als an irgendetwas anderes. Aber wen oder was sollte dieser Doktor Himmel operieren? Behutsam schloss er die Tür, rutschte auf dem Treppengeländer nach unten und betrat die leere Kneipe. Joe polierte Gläser und verschmolz auf eigenartige Weise mit der Einrichtung. Henri lehnte sich an die Bar, zündete eine Zigarette an, rauchte langsam. Drehte sich zu Joe und fragte: Wen operiert ihr, Kumpel da oben? Henri nahm ein Geräusch hinter sich wahr und im selben Augenblick traf ihn von hinten ein gezielter Schlag. Henri wurde erst schwindlig, dann schlecht und das letzte, was er registrierte, war sein Griff, der ins Leere ging, als er versuchte, an der Theke Halt zu finden. Als er wieder erwachte, hörte er ein Martinshorn, das immer näher kam. Erst als er auf eine Trage gehoben wurde, ging ihm auf, dass der Krankenwagen seinetwegen gekommen sein musste. Jemand hinter ihm murmelte Zu viel gesoffen bei der Hitze, und Henri versuchte sich aufzurichten, um augenblicklich von wohlmeinenden Händen auf die Liege zurückgedrückt zu werden. Das Nächste, was er hörte, war Nee, der hat keine Papiere, nix bei sich. Wir nehmen ihn erst einmal mit und verständigen die Polizei. Ich bin die Polizei presste Henri durch seine geschwollenen Lippen hindurch. Logisch, Meister, sagte der Sanitäter und tätschelte ihm die Wange. Henri hätte ihm am liebsten in die fleischige Hand gebissen. Sein Kopf dröhnte, und vom Nacken kam ein Schmerz, als wäre ein Wirbel verschoben. Er verlor erneut das Bewusstsein. Sophia stand am Kopfende der Tische hielt nervös den Zeigestock in der linken Hand und wartete, bis alle saßen. Es fiel ihr schwer, die Fassung zu bewahren, besonders als dieser Steffen den Raum betrat. Wo ist Zorro? fragte sie. Der hat einen Außentermin. Rufen Sie ihn an, er soll sofort hier auftauchen. Sophia. Steffen ist sehr kompetent und hat schon oft für Zorro die Vertretung übernommen, versuchte Annette eine Brücke zu bauen. Doch Sophia fiel ihr ins Wort. Es gibt keinen Grund, dass du dich hier einmischst. Fangen wir an. Wer hat neue Erkenntnisse? Annette Graf wiederholte, was die Kollegen aus München ihr zu der Einstichstelle gesagt hatten, denn einige Informationen mussten sie, Sophia, geben. Bernd behauptete, dass er mit allen Mitteln versuche, über international tätige Versicherungen herauszufinden, ob Olga eine Lebensversicherung habe, und dass es nicht so aussehe, als wären die Cats in irgendeiner deutschen Agentur eingetragen. Wie um seine Existenzberechtigung zu beweisen, meldete Steffen sich zu Wort. Herr Laval hat uns gestern ein Stück Sandkuchen gebracht, den Susanna gestern Morgen für ihn gebacken hat. Moment, rief Sophia aus. Annette. Sie hat heute gesagt, sie habe schon am Sonntag alle Zutaten weggeworfen. Wann war Henri bei ihr? Keine Ahnung, antwortete Annette, und Steffen sprach weiter. Es befinden sich in diesen Kuchen Spuren von Erdnüssen. Ich werde bei der Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung für Antonio Nunes Apartment beantragen, inklusive Spurensicherung. Selbst wenn sie alles entsorgt hat, sollten Spuren zu finden sein. Zack raschelte mit ihren Papieren, zog das von Henri angefertigte Protokoll zu den Besuchen bei Susanna heraus und sagte mit gleichgültiger Miene: Haben Sie Lavalls Protokolle nicht gelesen? Sie liegen in Ihrer Mappe. Ich glaube nicht, dass Sie mir zu erklären haben, was ich lesen sollte und was nicht. Sophia wischte sich den Schweiß von der Stirn und hielt ihre schweren Locken hoch, um dem Nacken ein wenig Kühlung zu verschaffen. Hier steht, sagte Zack resolut, dass Susanna vergangenen Donnerstag ihre Zuckertüte an Olga ausgeliehen hatte. Deshalb hatte sie den Schokoladenkuchen mit Honig gesüßt. Hochinteressant. Zack ließ sich nicht so leicht beirren und fuhr fort. Könnte es nicht sein, dass Olga die Tüte Freitag zurückgebracht hat, versetzt mit den Erdnussallergenen? Weshalb, in dem Sandkuchen ebenfalls Erdnussallergene nachweisbar waren, hat vielleicht Olga den tödlichen Kuchen gebacken? Sophia rieb sich die Stirn. Es war einfach zu heiß, um denken zu können. Sicher, rief Bernd aus, das würde jedoch bedeuten, dass Olga von Nunies Allergie wusste. Und sie wollte auf Nummer sicher gehen, dass es Nunes in jedem Fall trifft, da Susanna ständig gebacken hat, beendete die Gräfin den Gedanken. Das bestätigt meinen Verdacht, dass die Cats verdächtig sind, sagte Sophia erleichtert, dass sie offenbar doch auf der richtigen Spur war. Gibt es übrigens Neuigkeiten von der internationalen Zielfahndung? fragte Zack aufgeräumt. Sophia starrte sie fassungslos an, Zack hatte den Spieß einfach umgedreht und behandelte nun sie wie eine Mitarbeiterin. Für einen Moment ging ihr der Schwung aus und sie antwortete leise, Nein. Wir sehen uns morgen um 8.30 Uhr zur nächsten Besprechung. Ohne jemanden anzusehen, packte Sophia ihre Unterlagen zusammen und verließ den Konferenzraum. Steffen folgte ihr als Einziger. Wo ist Zorro? fragte Annette. Im Künstlerhaus, flüsterte Zack. Verstehe. Bernd, ich kann Henri nicht erreichen. Übernimmst du bitte? Das hieß im Klartext, dass er über Handyortung herausfinden sollte, wohlerweil sich gerade aufhielt. Bernd stand auf und ging in sein Büro. Zack, wir müssen ihr trotz allem eine Chance geben, sagte die Gräfin mit versöhnlicher Stimme. So wie es aussieht, liegt Sophia mit André als Hauptverdächtigem gar nicht so falsch. Du kennst mich, Annette. Ich mache keine Gefangenen. Sie hat ihre Chance gehabt, das muss reichen. Ansonsten belastet sie nur unser Budget. Allein die Dolmetscher, die jetzt durch alle russischen und ukrainischen Provinzen und deren Meldebehörden telefonieren, verursachen pro Stunde 1.300 Euro Kosten. Annette machte große Augen. Weiß Sophia das? Alles zu seiner Zeit. Sie kann bestimmt auch ganz nett sein, beharrte die Gräfin, als Bernd zurückkam und ein ratloses Gesicht machte. Entweder ist mein Programm in der Hitze verrückt geworden, oder Henri liegt im Brunnen auf dem Burgplatz. Am Brunnen? Und warum geht er da nicht dran? Ich sagte und meinte Im Brunnen. Fahren wir? Annette dachte an die zwei Leichen im Keller, entschied, dass die kühl und sicher lagen, und nickte Bern zu. Das Fußballspiel Ecuador gegen Deutschland hatte begonnen, und die heißen Straßen der Innenstadt waren leergefegt außer dort, wo die riesigen Leinwände die Fußballfans vereinten. Sie fuhren an den Burgplatz heran, der bis in die angrenzenden Straßen mit Menschen vollgestopft war. Warte hier, sagte Bernd, ich kämpfe mich zum Brunnen durch. Annette setzte das Auto zurück in den Schatten und stieg aus. Sie stritt mit sich, wie sie mit Sophia umgehen sollte. Sie mochte sie auf eine eigentümliche Weise, vielleicht so, wie sie ihre kleine Schwester mochte, und fühlte sich Sophia schon deshalb verpflichtet, weil sie eine Frau im Polizeidienst war. Solidarität, Ehrensache. Henri, dachte sie, führt mit Vertrauen und Sophia mit Kontrolle. Doch hatte sie nicht auch allen Grund dazu? Innerhalb weniger Tage hat sich ein Misstrauen verbreitet, das unerträglich ist, sinnierte sie weiter. Bernd kam mit rotem Kopf um die Hausecke und hielt sowohl Henri's Handy – als auch dessen Brieftasche in den Händen, beides tropfte. Das Handy war eingeschaltet, und da es sich um ein Sondermodell handelte, das sowohl gegen Schläge als auch gegen Wasser und Sand immun war, funktionierte es noch, weshalb Bernd es hatte finden können. Und jetzt? Annette stieg in den Wagen, schaltete den Funk ihres Autos an, der sich automatisch mit allen Funkgeräten der Düsseldorfer Krankenwagenfahrer verband, und fragte unverblümt Hallo, Leichen und Lumpensammler, Habt ihr in den letzten zwei Stunden jemanden aufgegabelt? Schwarze, leicht gelockte Haare, blaue Augen, knapp 1,90 Meter groß, 43 Jahre alt? Hallo, Schatz, kam es knistern zurück. Haben wir. Liegt im Marienhospital in der Notaufnahme und behauptet Polizist zu sein. Danke. Verletzt? Sie fuhr fast die gesamte Straße rückwärts, bis sie eine Lücke fand, in der sie drehen konnte. Nee, wir dachten erst, er ist besoffen. Die Wahrheit ist, da hat jemand gezielt hingelangt. Er ist übrigens Polizist. Macht ja nix. Wir halten ihn dir warm. Die Spannung steigt ins Unermessliche, sagte Bernd gut gelaunt und warf der Gräfin einen bewundernden Blick zu. Du hast ja wirklich verborgene Qualitäten. Kann ich an die Funkverbindung irgendwie drankommen? Vergiss es. Nur zum Mithören. Nein! Annette pinselte so vorsichtig wie möglich Jod auf Henris geschwollene Lippe, auf die er sich beim Sturz gebissen hatte. Wenn du eine Leiche wärst, würde ich sagen, du wurdest mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Der Täter wusste genau, wo er hinzielen musste, um eine nachhaltige Ohnmacht zu sichern. Als es klingelte, lief Bernd die Treppe hinunter und öffnete einem schlecht gelaunten Zorro. Diesem Walter traue ich keinen Meter, war Zorro schon von Henris Wohnung aus zu hören. Die Wohnungen waren so dermaßen sauber aufgeräumt und geputzt, da hat jemand gewusst, dass wir kommen. Sogar die Mülltonnen waren leer. Es klingelte erneut und sie schauten einander ratlos an. Sophia, witzelte Bernd und lief ein weiteres Mal die Treppe hinunter. Wo ist dieser arrogante Sack von Kriminaltechniker? Tönte es von unten herauf. Henri erkannte Walters Stimme, sah zu Zorro hinüber und zog fragend eine Augenbraue hoch. Dem muss mal einer gründlich aufs Maul hauen, dann hat er endlich einen Grund, so zu nuscheln. Doch als Walter seinen Freund Henri sah, schluckte er den Zorn auf den Kriminaltechniker hinunter. Annette, im Kühlschrank ist jede Menge Bier. Könntest du das bitte verteilen? bat Henri. Mir scheint, wir brauchen alle einen kühleren Kopf. Du aber nicht mit deiner Gehirnerschütterung. Ach was, gib schon her, sagte Henri lachend. Einer nach dem anderen erzählte, was er wusste und in Erfahrung gebracht hatte, während erst Christa und später Alberta kurz in der Tür erschienen und nach einem Blick von ihrem Vater zu Henriette gingen. Von Zorro erfuhren sie, dass die Wohnungen nur mit einer kompletten Untersuchung Spuren liefern konnten, also mit den entsprechenden Mitarbeitern und Mitteln. Walter beteuerte, dass die Reinigungsfirma sonst immer Mittwochs komme. Um den Standard der Wohnung zu halten, reinigten die extrem gründlich. Zorro hatte ihn wie einen Hilfsarbeiter behandelt. Henri stand auf und klebte ein großes Blatt Papier auf die Wohnungstür. Einen Moment hielt er inne, weil ihm klar wurde, welches Risiko seine Mitarbeiter für ihn eingingen. Hört mal, Leute. Ihr müsst das hier nicht machen. Ich verstehe jeden, wenn er jetzt gehen will. Kommt das raus, kriegt ihr mehr als nur ein Disziplinarverfahren an den Arsch. Berns, Zorro und Annette taten so, als hätten sie ihn nicht gehört. Ihr solltet vielleicht auch wissen, dass ich ein paar Jahre im Knast war, schob Walter hinterher. Also, die Einstichstelle des Taxifahrers, sagte die Gräfin, weist Spuren von Insulin auf. Henri schrieb das Wort Insulin auf das Papier und sagte Und der Chinese ist Diabetiker, verfügt also über Insulin. Er schrieb Putian, den Namen des Seiltänzers, dazu. Annette Graf fragte sich einmal mehr, ob es fair war, Sophia diese ganzen Informationen vorzuenthalten. Andererseits wäre sie mit der Beschaffung sicher nicht einverstanden und würde Henri weiteres Fehlverhalten nachweisen können. Putian hat sich Insulin bei Dr. Himmel besorgt, sagte Henri und kritzelte auch dessen Namen auf das Papier. Das finde ich zwar sehr verdächtig, wandte die Gräfin ein. Denn ich nehme an, er weiß, wie viel Insulin er für die Zeit eines Engagements braucht, und er wird es mit sich führen, plus eine gewisse Reserve, aber, sie machte eine lange Pause, an einer Insulinvergiftung zu sterben ist ziemlich unangenehm. Es gibt Krämpfe, und es dauert eine Weile. Jannes Mühlensieben hätte also aussteigen können oder einen Notarzt rufen. Wenn ihn jemand festgehalten oder mit einem Messer bedroht hat? fragte Henri. Das war ihre Technik, Fragen immer wieder zu stellen, denn manchmal gab es plötzlich eine andere Antwort. Er legte seine Hand in den Nacken und versuchte dem Schwindel Herr zu werden. Annette schüttelte den Kopf. Es gibt keine noch so kleine Spur von Gewalt an seiner Haut. Es waren vielleicht Spritzen, die vorher für Insulin benutzt worden sind, aber getötet hat diesen Taxifahrer eine hohe Dosis Kalium. Ich habe noch einmal mit Professor Müller in Paris gesprochen. Wir sind uns einig, dass es nur Kalium und keine Mischung mit Insulin gewesen ist. Denn Kalium setzt deine Herzfrequenz runter. Du bekommst keine Krämpfe. Es ist, als würdest du einschlafen. Bernd stand auf, nahm Henri den Stift aus der Hand und schob ihn auf einen Stuhl. Zorro räusperte sich und sagte, Und der kleine kecke Viktor hatte Spritzen, die er hat verschwinden lassen. Er könnte sie dem Chinesen geklaut haben, deshalb die Spuren von Insulin. Und wie wir ja schon wissen, gibt es Kalium quasi im Supermarkt zu kaufen. Bernd schrieb Victor auf das Papier und Zorro sprach weiter. Wir haben drei Kuchen. Einen absichtlich vergifteten, einen Schokoladenkuchen und den Sandkuchen, in dem auch wieder Spuren von Erdnüssen waren. Annette berichtete, dass Olga sich bei Susanna Zucker ausgeliehen habe, weshalb Sophia zumindest für die Wohnung einen Durchsuchungsbeschluss erwirken wolle. Den wird sie nicht vor morgen Abend haben. Wir müssen unbedingt vorher mit Susanna sprechen. Ich möchte doch meinen, dass gerade sie teuflisch aufgepasst hat, sagte die Gräfin bestimmt. Und wenn sie selbst Antonio hätte umbringen wollen, hätte sie es anders gemacht. Außerdem, sie blickte Henri an, hat Susanna mich gebeten, morgen mit dir bei ihr vorbeizukommen. Hast du Zeit? Wann? Vormittags. Henri nickte, zögerte einen Moment und sagte Vielleicht war es geplant. Olga leiht sich den Zucker, kontaminiert ihn mit ein paar zerriebenen Erdnüssen und bringt ihn Susanna zurück. Hat sie den Zucker verseucht, weil sie wusste, dass Antonio nur aus Susannas Händen Essen akzeptiert? Olga können wir nicht mehr fragen, was sie mit dem Zucker angestellt hat. Er stand auf, holte neues Bier aus dem Kühlschrank, stellte es auf den Tisch und öffnete für sich unter dem warnenden Blick der Gräfin eine Flasche Rotwein. Weiter, was haben wir an Geldgeschichten? Bernd schrieb mit, während er aufzählte. Nunes 30.000, die er kurz vor seinem Tod abgehoben und irgendwohin verschoben hat, seine Versicherung zugunsten der kleinen Schwester Josepha, Olgas Lebensversicherung zugunsten Andrei. Schweigen breitete sich aus. Eine Ausbeute, brummte Henri, nach vier Tagen intensiver Ermittlung. Nach nur vier Tagen Ermittlung und du darfst die Nebenkriegsschauplätze nicht vergessen, sagte Bernd und erzählte ihm von dem Zusammenstoß zwischen Zorro und Sophia. Wieso sollte jemand einen Taxifahrer umbringen? fragte Walter. Nehmen wir an, der Taxifahrer ist mit Kalium ins Jenseits befördert worden. Der Täter stiehlt die Spritzen vom Chinesen und besorgt das Kalium aus dem Supermarkt. Nein, du bekommst es in der Drogerie, sagten Annette und Zorro gleichzeitig. So leicht? Leichter. Du kannst es auch hochdosiert in einer Online-Apotheke bestellen, erklärte die Gräfin. Wie viel brauche ich? Wenig, sagte Annette. Und wieso verdächtigst du nicht Putian selbst? fragte Walter. Henri runzelte die Stirn. Mir fehlt bei diesem eingesponnenen Menschen einfach das Motiv. Sicher. Vielleicht spielt er nur. Ich glaube, der lebt in einer von uns normalsterblichen, bereinigten Welt, in der Mord und Totschlag nicht einmal als Gedanken vorkommen. Ich wäre mir an deiner Stelle nicht so sicher, beharrte Walter. Henri stand auf und öffnete die Balkontür, weil Poseidon davor stand. Der Kater beäugte kritisch die Besucher und trat den geordneten Rückzug an. Sag mal, Bernd, haben dir die Computer des Apollo keine Geheimnisse verraten? fragte Henri. Nee, die haben keine Geheimnisse, weil denen die meisten Seiten, die Spaß machen, per Firewall nicht zugänglich sind. Als Angestellter im Apollo hast du keine Chance, während der Arbeitszeit die Aktienkurse zu prüfen, eine Wohnung zu suchen, den nächsten Urlaub zu organisieren oder bei Ebay ein paar Klamotten zu verticken. Das einzig Auffällige in dieser langweiligen Auswertung waren ein paar Medizinseiten, Gewebemerkmale bei Transplantationen, Blutkonserven und so weiter. Schätze, die haben einen Medizinstudenten dabei, denn das stammt von dem PC im Frühstücksraum, der allen zugänglich ist. Alberta schob vorsichtig ihren strubbeligen Kopf zur Tür herein. Papa, sagte sie selbstbewusst, Oma will wissen, wie viele Leute zum Essen bleiben. Es gibt Spaghetti mit Meeresfrüchten. Ach ja, und Deutschland hat gegen Ecuador gewonnen, soll ich sagen. Drei zu null. Henri blickte fragend in die Runde. Nur Annette schüttelte den Kopf. Meine Tochter wartet sich ja schon mit knurrendem Magen. Henri's Handy gab den Hahnenschrei von sich, der die Ankunft einer SMS signalisierte. Von Joyce, sagte er Sekunden später. Sie ist in Moskau angekommen. Annette stand auf und ging zur Tür, wo Alberta wartete. Sie legte ihr die Hand auf den Kopf und sagte liebevoll. Ich fürchte, die Herren kennen alle die Kochkünste deiner Oma und bleiben. Alles klar, sagte Alberta und sprang die Treppe hinunter. Henri, ich hol dich zwischen elf und zwölf Uhr ab. Ist das okay? Ja. Er stand auf und ging auf die Gräfin zu. Hast du eine Idee, was Susanna will? Nein, sagte sie, aber es klang wichtig. Ich mache mir Sorgen um sie. Trotz ihrer geraden Haltung hat sie etwas Schutzloses. Annette schmunzelte. Ich glaube, es liegt daran, dass sie ein Paradiesvogel ist, und die lösen bei den meisten Menschen Beschützerinstinkte aus. »Denn Sie sind sehr selten und machen das Leben bunter.« Sie winkte in die Runde. »Bis morgen.« »Meine Herren«, sagte Henri launig und hielt die Wohnungstür auf. Als Zorro an ihm vorbeikam, fragte er ihn. »Kein Zuhause heute?« »Äh, die Glotze ist kaputt. Ich dachte, wir könnten gleich England gegen Schweden gucken.« »Gute Idee«, bestätigten Bernd und Walter. Henriette, die unten am Treppenabsatz stand, schlug vor. Ich stelle gern mein Wohnzimmer zur Verfügung, dann können die jungen Damen ungestört ihre Abendrituale verrichten. Henri drückte ihr einen Kuss auf die Schläfe und sagte Du bist ein Schatz, und es riecht köstlich. Die Genugtuung, dass seine Töchter nicht maulten, weil es Fisch und Meerestiere gab, behielt er für sich. Nachdem er letztes Jahr vier Wochen mit ihnen in Frankreich verbracht hatte, sprachen sie nicht nur endlich ein passables Französisch, sondern auch die Kultur der Küche hatte offenbar auf sie abgefärbt. Henri quetschte sich auf die Eckbank zu seinen Töchtern. Ein Seitenblick auf Christa verriet ihm, dass sie unglücklich war. Vielleicht ist es doch keine gute Idee, sie bei mir wohnen zu lassen, dachte er. Ich kann mich nicht ausreichend um sie kümmern. Henriette stellte zwei Flaschen eiskalten Weißwein auf den Tisch und drückte Walter den Flaschenöffner in die Hand. Bernd und Zorro lungerten am Herd herum und warfen hungrige Blicke auf die schwarzen Sepianudeln, die im Wasser aussahen, als ob sie tanzten. Was ist, wenn diese Josefa, Nunies kleine Schwester, doch der Schlüssel des Ganzen ist? fragte Henri. Es gibt vielleicht eine Verbindung zwischen dem Taxifahrer, Olga und Nunes. Warum ausgerechnet Josefa? fragte Zorro, der sich, nachdem Walter sich so herablassend geäußert hatte, um eine deutlichere Aussprache bemühte. Sie ist weit weg, hat keine Verbindungspunkte mit Olga oder dem Taxifahrer und tourt mit ihrer Roma-Sippe irgendwo an der Mittelmeerküste herum. Bernd, der von Henriette die Teller entgegennahm und zum Tisch brachte, bemerkte Und was ist, wenn alle Todesfälle voneinander unabhängig sind? Antonio Nunes ein Liebesmord, Olga tatsächlich eine Infektion, der Taxifahrer, weil er irgendetwas anderes gemacht hat. Ich weiß nicht, sagte Henri zog das Besteckfach des alten Tisches auf und nahm Löffel und Gabeln für alle heraus. Der Taxifahrer führte ein vollkommen normales Leben, kleines Häuschen in Himmelgeist, einmal im Jahr nach Mallorca, selten in der Kneipe. Warum bringt den überhaupt jemand um? Schwarzfahrten für die falschen Leute? mischte Henriette sich ein. Vielleicht hat er etwas mitgehört und versucht jemanden zu erpressen. Bernd setzte sich. Keine Ahnung, ich kann nichts über ihn finden, also auch keine Verbindung zu Drogenbossen oder Rotlichtszene. Seine Konten haben nur die normalen Buchungen, Miete, Versicherung und ein Gehalt, das er sich selbst zahlt. Sophia will den Fall bei den Kollegen lassen. Andererseits ist Himmelgeist ein relativ teures Wohnviertel. Die Preise liegen deutlich über dem Durchschnitt. Vielleicht hast du als Suspendierter mal Zeit, dich in seiner Stammkneipe umzutun, die den romantischen Namen zur Rheinfähre trägt. Henri nickte und schob die Weingläser und Flaschen zur Seite, weil Henriette mit der großen Tonschale voller schwarzer Nudeln, Muscheln, Krabben, kleiner Tintenfische und Langusten kam. Mit ruhigen Bewegungen füllte sie die tiefen Teller. Eine gefräßige Stille breitete sich aus, die nur durch das Klappern der Muschelschalen oder das Klirren eines Glases unterbrochen wurde. Nach einer Weile fragte Bernd mit zufriedenem Gesicht: Ist vielleicht Ihr Dachgeschoss zu mieten? Henriette strahlte. Ich habe nicht vor, eine Pension aufzumachen. Netterweise haben meine verstorbenen Gatten und Ex-Männer es mit dem Geld sehr ernst genommen, so dass ich mir jetzt keine Nebenbeschäftigung suchen muß. Aber sie sind natürlich jederzeit gern an diesen Tisch geladen. Henri tunkte mit dem Weißbrot die restliche Soße aus seinem Teller. Warum will Sophia den Taxifahrer nicht weiter untersuchen? Muss ich dir das wirklich erklären? fragte Zorro. Und als Henri nickte, sagte er, Dir ist vielleicht entfallen, dass Sophia nichts weiß von dem Insulin des Chinesen, den Spritzen, den illegalen Blutabnahmen bei den Artisten. Stimmt, sagte Henri. Somit behindere ich jetzt die Ermittlungen. Nö, sagte Bernd entschieden. Wenn Sophia wüsste, wie du an die Infos gekommen bist, würde sie dir nur einen weiteren Strick daraus drehen, dessen Ende sie dem Polizeipräsidenten überreichen würde, für ein weiteres Sternchen. Unaufgefordert standen Christa und Alberta auf und räumten den Tisch ab. Henriette stellte neues Brot, eine Käseplatte, Rotwein und frische Teller auf den Tisch und bat Henri um Messer aus dem Schubfach. Hast du etwas über Roma-Traditionen herausgefunden? erkundigte sich Henri bei Bernd und goss sich Rotwein ein. Ja, das Internet und die Datenbanken sind voll davon, aber ich habe nichts über eine Tradition gefunden, die Giftmorde als Lösungsweg oder Strafe vorsieht. Rache für Susa Bertini? wandte Henri sich an Walter. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Christa, was ist los heute? wechselte Henriette das Thema, um die Männer an die Anwesenheit der beiden Mädchen zu erinnern. Nix, sagte diese mürrisch und schnitt in den Käse, als wolle sie ihn ermorden. Ach, das, sagte Walter grinsend, kenne ich auch gut. Als Henri sich um Mitternacht am Geländer hochzog, quälte ihn ein bohrender Kopfschmerz. Und die Fragen, deren Antworten er einfach nicht finden konnte, kreisten in seinem Kopf. Ständig ging ihm Amer's Satz durch den Sinn. Du stellst mittlerweile die richtigen Fragen. Jetzt musst du nur die finden, die dir die richtigen Antworten geben können. Was hatte er damit gemeint? Und vor allem, wen? War Doktor Himmel der Richtige gewesen? Und hatte man ihn deshalb bewusstlos geschlagen? Es ging um Geld. Vielleicht um die Versicherungen. Vielleicht um anderes. Olga hatte eine Lebensversicherung, die ihr Partner bekommen würde. Antonios Geld ging an seine kleine Schwester. Wer braucht wofür dringend Geld? fragte Henri sich und beschloss, morgen mit der Gräfin bei Himmel vorbeizugehen. Er wollte wissen, was sie aus Sicht eines Arztes zu dem verdunkelten Zimmer sagen würde. Als er in seine Wohnung stolperte, saß Christa am Tisch und hatte Tränen in den Augen. Henri riss sich zusammen, trank ein großes Glas Wasser, sah mit einem Blick, dass zwölf Anrufe in Abwesenheit auf seinem Handy waren, und setzte sich seiner Tochter gegenüber. Ich bin nicht schön genug. Aha. Wer sagt das? Immer verlieben sich alle in Julia oder Sabine. Ich habe gar keine Chance. Unsinn. Du bist wunderschön. Das sagst du nur so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jungs es zu schwer finden, dich zu erobern. Die trauen sich nicht. Meinst du? Ganz sicher. Er grinste und dachte, vielleicht einfach mal das Piercing weglassen und die Haare etwas länger, dann fürchten die auch nicht mehr, dass du ihnen ein aufs Maul haust, wenn du sauer bist. chère. Ich bin wirklich hundemüde und viel zu betrunken, um dir mit klugem Rat zur Seite zu stehen. Könnten wir das auf morgen verschieben? Er sah ihrem Gesicht an, dass sie etwas sagen wollte, es aber dann doch runterschluckte. Gute Nacht! Sie kam um den Tisch herum und gab ihm einen Kuss. Puh, du hast echt eine Fahne! bemerkte sie und verschwand in ihr Zimmer. Henri nahm sein Telefon. Von den zwölf Anrufen waren drei von Joyce und neun von Anne. Er hatte vergessen, dass sie abends zum Telefonieren verabredet waren. Trotzdem rief er erst Joyce an. Kommissar! Und das zu so später Stunde, geht es dir gut? Erwarte keine intelligenten Antworten von mir. Ich habe zu viel Alkohol im Blut, Müdigkeit in den Knochen und außerdem eine Gehirnerschütterung. Wo bist du? Fast schon in der Ukraine, auf dem Weg nach Odessa. Dort soll Olga beerdigt werden. Ihre Familie lebt dort. Das hat Bernd auch herausgefunden. Wie sicher ist das? Die Fahrgeräusche des Zuges, in dem Joyce saß, waren so laut, dass Henri ins Telefon brüllte. Außerdem klang es, als ob direkt neben ihr jemand Mundharmonika spielte. So sicher, wie du sein kannst, wenn du 5000 Euro angezahlt und weitere in Aussicht gestellt hast, rief Joyce. Die Verbindung knisterte und rauschte. Henri grübelte. Wenn Joyce so viel Geld ausgab, witterte sie eine gute Geschichte. Sagst du mir, warum es dir so viel wert ist? Nicht am Telefon. Vergiss nicht, ich bin im ehemaligen Ostblock. Wenn du bis morgen abend nichts von mir hörst, fängst du bitte an, dir Sorgen zu machen. Um Himmels willen, Joyce, ich kann dich da nicht rausholen, ich wüsste ja nicht einmal, wo du bist. Odessa ist die wichtigste Hafenstadt der Ukraine am Schwarzen Meer. Ich glaube, es ist ganz schön. Wir könnten hier ein bisschen Urlaub machen. Ihr Lachen kam wie Morsezeichen bei ihm an. Sei bitte nicht so leichtsinnig. War ein Witz, du guter Polizist. Bisher läuft es prima. Ich habe einen Gerichtsmediziner im Gepäck und wenn wir uns irgendwie Zugang zu Olgas Leiche verschaffen können, die in einer Kirche aufgebahrt ist, weiß ich morgen Abend ein bisschen mehr. In einer Kirche? Ja, so ist das. Und ich hoffe, die Kirche ist gut klimatisiert, denn wir hatten hier heute über 40 Grad. Du bist also nicht allein. Nein. Wir werden eine wildromantische Nacht im Zugabteil verbringen. Sie kicherte. Bis morgen. Henri beendete die Verbindung. Als er im Bett lag, wurde ihm schwindelig. Trotzdem rief er an in Berlin an. Mittwoch, 21. Juni. Sophia war seit 6 Uhr im Präsidium, um nachzuholen, was Zack gestern kritisch angemerkt hatte. Sie hatte alle bisher erstellten Protokolle gelesen und musste zugeben, dass Zack über eine effiziente Art verfügte, einen mit Informationen zu versorgen. Kein Wunder, dass jeder so große Stücke auf sie hielt. Auch den Durchsuchungsbeschluss für Antonio Nunes Apartment hatte Zack in kürzester Zeit auf den Weg gebracht. Die Kollegen würden um 14 Uhr mit ihr ausrücken. Was sie nicht wusste, war, dass Zack den Termin in Absprache mit der Gräfin gemacht hatte, um Henri einen kleinen Vorsprung zu verschaffen. Sophia hoffte inständig, dass sie heute genug finden würden, um Susanna der Mittäterschaft zu überführen. Sie brauchte einen Erfolg. Holger Edler hatte sie am frühen Morgen besucht und ihr zu Lavalls Suspendierung gratuliert. Sie hatte mit ihren Brüdern in Wiesbaden telefoniert, die sie ebenfalls darin bestärkten, dass es keine Denunzierung war, sondern richtig. Wo käme man denn hin, wenn leitende Hauptkommissare mit Kriminellen arbeiteten? Und wie sieht es mit leitenden Hauptkommissarinnen aus, die heimliche Trinkerinnen sind? fragte sie sich selbst. Sie machte sich nichts vor. Sie hatte längst schon wieder die Kontrolle verloren. Ich bin nur besser darin geworden, es zu verbergen, dachte sie bitter. Sie hatte ihren älteren Bruder gebeten, einen Kontakt zum bekannten Computerprofi Lars Ohlhofen herzustellen. Sophia wollte an Berns Datenbanken. Nicht um ihn vor die Tür zu kehren, sondern um seiner Loyalität ihr gegenüber ein wenig nachzuhelfen. Das Bild des eingeschworenen Laval-Teams, wie es zusammenhielt und hinter Henri stand, hatte sich in ihr eingebrannt und sie wollte das auch. Egal wie. Sie krallte die Fingernägel in die Handballen und kniff die Augen fest zusammen. Im nächsten Moment schreckte sie zusammen. Guten Morgen, Sophia, sagte Annette Graf und betrat den Konferenzraum. Bin ich die Erste? Ja, dieser Steffen hat angerufen, dass er keine Neuigkeiten für uns hat und gebeten, aufgrund der Arbeitsauslastung unten im Labor bleiben zu dürfen. Bernd habe ich nicht gesehen und zack willkommen, sobald wir vollständig sind. Hast du Lust, heute mit mir zu Mittag zu essen? Tut mir leid, ich habe meiner Tochter versprochen, sie von der Schule abzuholen und zum Reiten zu fahren. Annette streckte ihre Arme und sagte, Es ist wieder einmal unerträglich heiß, nicht wahr? Ich bin Griechin. Ich glaube, mir macht das einfach nicht so viel aus wie euch Nordmenschen. Annette sah sie an. Ihr fiel auf, dass sie bisher überhaupt nichts aus Sophias Privatleben wusste. Sie zögerte einen Moment und fragte, Hast du eigentlich einen Freund in Frankfurt? Sophia wurde blass. Schließlich überging sie die Frage und sagte: Vielleicht gehen wir ein anderes Mal zusammen essen, wenn wir den Fall gelöst haben. Durch das offene Fenster hörten sie das Neun-Uhr-Läuten der Bilker Kirche. Im selben Moment erschienen Bernd und Zorro im Türrahmen. Annette unterdrückte ein Lachen, denn beide trugen dunkle Sonnenbrillen, und sie fragte sich, warum Zorro anstelle von Steffen hier antrat. Zack schob sie in den Raum, schloss die Tür, zückte einen Stift aus ihrem Haarturm und sah Sophia erwartungsvoll an. Zorro, vielen Dank, dass Sie heute wieder teilnehmen. Ich brauche Sie vor allem um 14 Uhr für die Spurensicherung bei der Hausdurchsuchung. Sie stand auf und schloss die Fenster, denn die Luft, die hereinströmte, war heiß und nicht erfrischend. Um uns zu entlasten, habe ich entschieden, dass der Mord an dem Taxifahrer von den Kollegen weiter bearbeitet wird. Sollten sich Verbindungen ergeben, werden wir informiert. Sie setzte sich wieder hin. Leider haben die Dolmetscher in den diversen Einwohnermeldeämtern und Polizeidienststellen bisher keinen Erfolg gehabt. Auch die russische Polizei weiß nicht, wo sich Andrej mit der toten Olga aufhält. Von ihrem Agenten keine Spur. Wie wäre es mit einer neuen Befragung der Artisten? schlug Annette vor in der Absicht, Sophia auf diese Weise auf denselben Stand der Ermittlungen zu bringen, den alle anderen hatten. Sophia machte eine wegwerfende Geste. Sie hatte sich an André festgebissen und wollte nachweisen, dass Laval versagt hatte, weil er diesen Ukrainer nicht rechtzeitig verhaftet hatte. »Nein, nur diesen Walter werde ich mir genauer anschauen. Das wäre es schon für heute. Wie machen wir jetzt weiter?« fragte Annette. Sophia verließ großlos den Raum und ließ ein ratloses Team zurück. Hat der jemand die Giftzähne gezogen, oder ist die ein bisschen wahnsinnig? fragte Bernd und nahm seine Sonnenbrille ab. Ich fürchte, sie ist einfach überfordert, sagte Annette diplomatisch, und mit einem Mal wurde ihr klar, dass Sophia sich schwer psychotisch verhielt. Die Stimmungsschwankungen, die seltsamen Reaktionen, mal wütend, mal verletzt, und ihr ganz unbegründeter Hass auf Laval, um dessen Anerkennung sie gleichzeitig buhlte. Oh Mann! sagte Annette plötzlich, als sie Bernd ansah und fragte, Siehst du unter deiner Sonnenbrille genauso schlimm aus, Zorro? Der Chef der Spurensicherung nahm ebenfalls seine Brille ab und beantwortete damit die Frage der Gräfin. Bin auch nur hier, weil Bernd gestern die Wette gewonnen hat. Annette ging zur Tür, prüfte, ob jemand in der Nähe stand schloss sie und sagte, »Was machen wir jetzt? Wir können nicht parallel zwei Ermittlungen führen, das bringt nur Chaos.« »Was schlägst du vor?«, fragte Bernd. Das Sonnenlicht brannte in Henri's Augen. Er hatte vergessen, die Schlagläden zu schließen. Aus weiter Ferne drang Gemurmel zu ihm durch. Einen Moment glaubte er zu träumen, denn er hörte Ans Stimme im Nebenraum. Vorsichtig hob er den Kopf und sah, dass seine Schlafzimmertür offen stand. Etwas unscharf erkannte er im Wohnzimmer seine Tochter Christa, die mit seiner Freundin An Stahl zusammensaß. Langsam verließ ihn das taube Gefühl und sein Gehör stellte sich auf scharf. Ich bin auch in Philipp verliebt, aber er interessiert sich nur für Sabine. Da wäre ich mir nicht so sicher. Den Jungs fällt es leichter, ein Mädchen anzusprechen, das ihnen egal ist, weil dann auch eine Abfuhr egal ist. Vielleicht ist er in Wirklichkeit in dich verliebt. Quatsch, sagte Christa gereizt. Aufgrund ihres Tons rechnete Henri damit, dass sie jeden Moment aufstehen und gehen würde, doch er wurde eines Besseren belehrt. Wie hast du das am Sonntag gemeint, als du meinem Vater das erklärt hast, von wegen den Feind kennenlernen, um ihn zu besiegen? Henri wollte sich aufsetzen und nein rufen, doch der Schmerz ließ ihn zusammenzucken, und er sank zurück auf sein Bett. Nun, in deinem Fall müsstest du herausfinden, was die Jungs an Sabine gut finden. Und wie? indem du sie fragst. Gib ihr das Gefühl, dass du ihre Hilfe brauchst. Und dann? Hörst du genau zu. Es könnte ja auch sein, dass sie dich bei den Jungs schlecht macht, während sie gleichzeitig vorgibt, deine Freundin zu sein. Unsinn. Wie soll denn das gehen? Es blitzte in Anns Augen. Sie goss sich Kaffee nach, sah Christa einen Moment an und sagte ich an Sabines Stelle, wenn ich wollte, dass sich die Jungs nicht für dich interessieren, würde erzählen, dass dein Zungenpiercing beim Küssen wahnsinnig wehtut, dass sich letztens einer daran verschluckt hat und beinahe erstickt ist, und dass du, wenn du sauer bist, auch zuschlägst, was in deinem Fall gefährlich ist, weil du den braunen Gurt im Karate hast. Christa starrte an mit offenem Mund an. Das würdest du tun? Auf jeden Fall. So etwas kann ich über Sabine nicht erzählen sagte Christa geknickt. Genau, weil sie wahrscheinlich eine totale Langweilerin ist und allen Grund hat, sich vor dir zu fürchten. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Menschen, über den es nichts zu sagen gibt. Und was soll ich machen? Wenn dieser Philipp wirklich Angst vor dir hat, musst du sie ihm nehmen. Lass bei deinem Fahrrad die Kette herausspringen und bitte ihn, dir zu helfen. Und untersteh dich, ihm ins Handwerk zu pfuschen, egal wie ungeschickt er sich anstellt. Und dann? Bittest du ihn, dich nach Hause zu begleiten, weil du Angst hast, die Kette könnte wieder herausspringen. Auf dem Weg könntest du zum Beispiel erzählen, dass Sabine ein toller Kumpel ist. Nur ziemlich viel lügt. Das soll ich tun? Ich meine, du solltest dich jetzt mal auf den Weg zur Schule machen. Henri stand im Türrahmen. Wie spät ist es eigentlich? Kurz vor zehn. Ich habe erst zur dritten Stunde. Und wenn er mir nicht glaubt? An grinste Henri an. Er wird dir glauben, weil er ein Mann ist und sich nicht vorstellen kann, dass Frauen solche Geschichten erfinden. Henri nickte ergeben, nahm an's Tasse und setzte sich so langsam wie möglich. Was machst du überhaupt hier? Nach unserem Telefonat letzte Nacht hatte ich den Eindruck, ich sollte den ersten Flieger nach Düsseldorf nehmen. Ich arbeite ohnehin die nächsten Tage von zu Hause aus. Unser Telefonat? Henri erinnerte sich an nichts. Ja, du hast mir von Joyce vorgeschwärmt und dass sie richtig viel tut, um dir zu helfen, und dass ich immer weg bin, und jetzt habest du keine Lust mehr, und es sei dir auch total egal, ob ich überhaupt komme. Henri starrte sie mit geröteten Augen an und sagte langsam Christa, würdest du jetzt bitte in die Schule gehen? Egal, wann dein Unterricht anfängt. Seine Tochter stand auf, nahm ihre Tasche, zwinkerte an zu und sagte Schon gut. Ich kümmere mich mal um meine Fahrradkette anhob beide Daumen. Viel Glück. Kaum fiel die Tür hinter ihr ins Schloss, sagte Henri Du hast einen schlechten Einfluss auf meine Tochter. Ich finde sie wunderbar und wunderschön, wie sie ist. Die braucht keine Strategie. Du bist nicht kompetent, du bist ihr Vater. Habe ich das wirklich letzte Nacht alles gesagt? Ja. Bekomme ich eine Erklärung, außer viel Wein? Henri stand auf und zog sie hinter sich her. Ich erklär's dir unter der Dusche. Als sie tropfend und in Handtücher gewickelt wieder am Tisch saßen, sagte Henri So ein Leben als Suspendierter ist gar nicht schlecht, vielleicht sollte ich Privatdetektiv werden, dann hätte ich mit diesem ganzen internen Hauen und Stechen nichts mehr zu tun. Er ging zum Herd, setzte Wasser für frischen Kaffee auf und füllte ein bisschen Trockenfutter in Poseidons Futternapf. Der Kater mochte das zwar nicht besonders, aber bei dem heißen Wetter war Dosenfutter nicht nur eine Pest, sondern auch ein Fliegenliebling. Wann hörst du wieder von Joyce? fragte Anne. Ich hoffe heute Nachmittag, spätestens am Abend. Ich mache mir ein wenig Sorgen um sie. Unsinn. Sie weiß genau, was sie tut, und für eine gute Story ist das eine ganze Menge. Trotzdem würde Joyce zu keiner Zeit ein unkalkulierbares Risiko eingehen. Ich habe sie darum gebeten, warnte Henri ein und goss das siedende Wasser in die Kanne. Anne legte den Kopf schräg, beobachtete ihn einen Moment und sagte, Sei nicht so eitel. Sie macht das nicht für dich, sondern weil eine gute Geschichte eine hohe Auflage bringt, und das lässt sich eins zu eins in bares Geld umrechnen. Joyce gibt zehntausend Euro nur dann aus, wenn sie sicher ist, dass 30.000 dabei herauskommen. Henri streckte ihr die Zunge heraus. Du willst dir nur nicht vorstellen, dass auch andere schöne Frauen mich lieben. Ann lachte ihn aus. Sein Handy klingelte. Hallo, Gräfin, sagte er. Ich hoffe, du siehst ein wenig besser aus als Bernd und Zorro, sonst würde ich mich nur ungern mit dir in der Öffentlichkeit zeigen. Hör zu, wir sollten ein wenig früher fahren, denn Sophia hat eine genehmigte Hausdurchsuchung für Susannas Apartment für 14 Uhr. Von mir aus können wir auch jetzt. Bin in zehn Minuten bei dir. Henri legte das Telefon auf den Tisch, füllte Kaffee in die Tassen und ging nach nebenan, um sich anzuziehen. Ich kann dir leider nicht sagen, wie lange es heute dauert. Ich will so zurück sein, dass ich mit meinen Töchtern essen kann. Es wäre schön, wenn du auch dabei wärst. Er kam wieder in den Wohnraum und stopfte das schwarze T-Shirt in die ebenfalls schwarze Hose. Seine nassen Haare glänzten. Ich würde mich jederzeit wieder an ihn heranmachen und kann es Joyce nicht verdenken, sollte sie mit Henri weitere Pläne haben, dachte an und spürte einen leichten Stich der Eifersucht. Dann sagte sie, ich versuche es einzurichten. Ruf mich einfach an, sobald du weißt, ob es klappt. Henri trank den Kaffee im Stehen und sah auf Anne hinunter. Er wusste, dass ihr die neue Situation nicht gefiel. Du musst nicht kommen, wenn du nicht willst. Danke, ausgesprochen charmant. Sie stand auf, ließ ihr Handtuch fallen, zog ihr dünnes Sommerkleid über, schlüpfte in die flachen Schuhe, nahm ihre Tasche und blieb vor Henri stehen. Hast du nicht gelegentlich das Gefühl, es gibt zu viele Frauen in deinem Leben? Henri zog sie an sich. Doch ein paar davon wäre ich gern los, wie Sophia Minokuglu. Ein paar sind ein Geschenk, wie die Gräfin oder Henriette. Eine, das bist du, würde ich gern öfter sehen. Und vier, nämlich meine Töchter, sind unkündbar. Du hast mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich hatte keine Chance. Sie haben ein Recht auf ihren Vater. Ich habe mich nicht gegen Kinder entschieden, um plötzlich vier zu haben. Dann tut es mir leid, sagte Henri ungerührt. Anne sah ihn wütend an. Und wie stellst du dir das vor? Unternehmen wir jetzt jeden Samstag und Sonntag gemeinsame Ausflüge? Henri seufzte und schob an von sich. Du wirst dich damit arrangieren müssen. Oder es geht nicht, es ist deine Entscheidung drehte sich weg und verließ die Wohnung, nicht ohne die Tür hinter sich zuzuschlagen. Im gleichen Moment klingelte es. Henri nahm Handy, Zigaretten und Jackett und lief die Treppe hinunter. Annette, an der Ann grußlos vorübergerauscht war, empfing ihn mit den Worten: Sturm im Paradies? Nicht wirklich. Wir drehen nur gerade ein wenig an den Spielregeln. Hast du etwas Neues für mich? Er stieg gleichzeitig mit Annette in den aufgeheizten Wagen. Ihm fiel auf, dass sie wieder ungewöhnlich gut gekleidet war. Sie hatte ihre zahllosen Twinsets, Strickjacken und Stoffhosen gegen eine ansehnliche Reihe von kurzen Sommerrücken, engen Jeans und ausgefallenen Oberteilen getauscht. Henri mutmaßte, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gab. Nein, Bernd ist in Kampfstimmung, zorro schmollt, und beide haben einen ausgewachsenen Kater. Sophia hat für den Moment die weiße Fahne gehisst, und Zack sammelt Beweise, dass unser Budget verschleudert wird, weil wir zahlreiche Dolmetscher beschäftigen, die sich durch russische und ukrainische Meldebehörden telefonieren. Als sie an einer Ampel anhalten mussten, sagte Annette Henri, ich glaube, Sophia hat ein Problem. Sie trinkt. Unsinn. Woher weißt du das? Ehrlich gesagt, es ist mehr ein Gefühl, aber hier und da eine Geste, ein Zittern. Was denkst du? Eher was Psychisches. Sie ist zu labil. So sind viele Alkoholiker", sagte Henri bestimmt. "Ich glaube, wir parken hier und laufen rüber", sagte Annette, als sie in der Nähe des Graf-Adolf-Platzes waren, wo wieder Public Viewing Hochstimmung herrschte und fädelte sich in eine kleine Parklücke. Als sie über den Platz liefen, fiel Henri das erste Mal auf, dass das Künstlerhaus ein sehr gepflegter Altbau war. Die meisten Wohnungen hatten zur Straße hin hohe und zum Teil runde Fenster, Während sie an der Fußgängerampel auf grünes Licht warteten, öffnete sich die Haustür des Künstlerhauses und eine Putzkolonne kam heraus. Moment mal, sagte Henri verwirrt. Ich dachte, die wären gestern da gewesen. Er lief bei Rot über die Straße und stand wenige Sekunden später bei den Reinigungskräften. Guten Tag, ich bin ein Freund von Walter, und der sagte mir, dass Sie gestern schon hier sauber gemacht hätten. Warum kommen Sie heute wieder? Verstehen Sie Deutsch? Als er nur ratlose Gesichter zur Antwort bekam, versuchte er es ebenso erfolglos mit Englisch und Französisch. Die vierköpfige Truppe, die aus zwei Männern und zwei Frauen bestand, nahm ihre Utensilien, lächelte ihn unsicher und entschuldigend an und ging. Henri notierte sich das Autokennzeichen und den Namen der Reinigungsfirma, die Saubermänner. Meinst du, Walter hat dich belogen? sprach Annette die Frage aus, die Henri sich nicht stellen wollte. Er antwortete leise: Ich werde es herausfinden. Sie klingelten im Apartment 9 und warteten. Als der Türöffner surrte, drückte Henri auf. Kaum hatten sich ihre Augen an den dämmerigen Hausflur gewöhnt, entdeckten sie Sophia, die ruhig an der Wand lehnte und sie mit den Worten begrüßte: Habe ich es mir doch gedacht! Die Kollegen von der Hausdurchsuchung haben angerufen und wollten wissen, ob es nicht doch früher ginge. Und dabei habe ich herausgefunden, dass Zack auf 14 Uhr bestanden hatte. Und als du, liebe Annette, keine Zeit für ein Mittagessen hattest, habe ich eins und eins zusammengezählt. Sie ging ihnen einen Schritt entgegen, sah Henri an und sagte, Freut mich, dass du da bist. Vielleicht kann ich von deiner Gesprächstechnik etwas lernen. Bin sehr gespannt, was Susanne euch zu sagen hat. Gehen wir? Henri und Annette tauschten einen Blick. Ich werde nicht mit Ihnen zusammen hochgehen, sagte Henri bestimmt. Und ob du das wirst, wenn dir daran liegt, dass die Gräfin auf das Vergnügen eines Disziplinarverfahrens verzichten soll? Er blickte sie kalt an, gab sich einen Ruck und ging wütend die Treppe hoch. Sophia und die Gräfin folgten ihm wortlos. Auf der vorletzten Etage blieb Sophia stehen und sagte Ihr geht vor, ich komme unbemerkt nach. Sorg dafür, dass die Wohnungstür offen bleibt, ich will nicht, dass Susanna mitbekommt, dass ich auch da bin. Und keine Spielchen. Was hast du dir nur dabei gedacht, Annette? Wenn ich will, kostet dich das deinen Job. Sie trat an die Seite. Die Wohnungstür des Apartments stand offen, und wie schon beim letzten Mal wartete Susanna im Wohnzimmer auf sie. Henri fiel auf, wie angespannt sie war, und irgendetwas an der Wohnung wirkte komisch auf ihn, aber er konnte nicht sagen was. Schön, dass Sie kommen konnten. Etwas Eistee? Während sie ausschenkte, zog Henri sein Notizbuch heraus, schrieb Wir sind nicht allein hier, und hielt es Susanna hin, die las, nickte und ihm ein Glas mit dem kühlen Getränk reichte. Haben Sie die Telefonnummer von Ihrer Freundin Emilia für uns? Susanna zog die Füße hoch, strich ihre Haare nach hinten und sagte langsam Nein, sie ist abgereist. Das Engagement in Barcelona war nur für eine Woche. Ich weiß nicht, wohin sie danach wollte. Diese Frau ist ihr Alibi. Sie sollten sie auftreiben, sagte die Gräfin mit einem scharfen Ton in der Stimme. Susanna lächelte und fragte. Sie machen sich Sorgen um mich, nicht wahr? Statt einer Antwort nickte die Gräfin. Was ist mit Susa Bertini? fragte Henri. Was meinen Sie? Susa hat eine Weile hier gewohnt, dann hatte sie den Unfall und ist zu ihrer Familie gereist. Es heißt, sie sei in Antonio verliebt gewesen. Henri zog ein Päckchen Zigaretten aus der Jackettasche. Sie hat ihn angehimmelt, wie es viele kleine Mädchen mit erwachsenen Männern tun. Wir haben sie behandelt wie eine Tochter, und so hat sie sich auch benommen. Walter beschreibt das anders. Walter ist ein Mann und benimmt sich wie ein eifersüchtiger Vater, trug Antonio die Verantwortung für den Sturz. Ihr Kopf kippte nach hinten, rollte leicht zur Seite, und aus diesem schrägen Blickwinkel schaute sie Henri ernst in die Augen. Vielleicht, sagte sie verhalten. Henri und Annette hielten den Atem an. Also doch ein Rachemotiv, dachte Henri. Alle wollten die Publicity. Die Werbeagentur hat eine große Ausschreibung gemacht, jeder große Zirkus hat sich beworben. Letztlich hat der Oberbürgermeister gedrängt, eine Düsseldorfer Aktion auch mit Düsseldorfer Künstlern zu bestreiten. Antonio meldete Susa hier an und bekam den Zuschlag. Der Zirkus Bertini war sehr glücklich über die kostenlose Werbung und hat den Sturz trotzdem Antonio angelastet? Nein, ganz sicher nicht. Artisten, die so gut sind, dass sie in großen Varietés oder einem bekannten Zirkus auftreten, zeichnen sich durch zwei Dinge aus: eine starke Selbstdisziplin und ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit. Jeder Artist ist für seine Requisiten allein verantwortlich. Susa hat von klein auf gelernt, Risiken einzuschätzen, und sie war trotz ihrer jungen Jahre eine Meisterin ihres Fachs, ein Profi und ehrgeizig. Ich hätte an ihrer Stelle nicht anders entschieden und wäre ohne zu zögern die letzten Meter ohne Sicherungsseil gelaufen. Es hieß, Antonio hätte sie gedrängt. Walter? fragte sie zurück. Ja. Wo ist Susabertini jetzt? Weiß ich nicht. Der Zirkus hat bis letzte Woche in Paris gastiert. Vielleicht zurück nach Rom. Als Henri Feuer an seine Zigarette hielt, bat Susanna Einen Moment bitte. Sie schloss die Augen, lächelte plötzlich und sagte laut Sophia. kommen Sie zu uns. Ich habe Ihnen doch geraten, bei dieser Hitze auf Milchprodukte und Alkohol zu verzichten. Henri zündete seine Zigarette an. Stimmt es, dass Sie und André eine Affäre hatten? Nein. Sophia trat ein und sagte wütend. Warum haben Sie mir das erzählt? Auch etwas Tee. Ohne die Antwort abzuwarten, goss sie ein weiteres Glas voll und hielt es Sophia hin. Sie wollten so unbedingt von mir etwas hören, was der Kommissar hier nicht wusste, und ich dachte, ich gönne Ihnen den Spaß. Hören Sie mal, wir ermitteln hier in einem Mordfall und spielen kein Ratequiz. Sophia ging einen Schritt auf Susanna zu, die zurückwich. Henri empfand diese Geste als sehr beleidigend, denn mit ihrer gesamten Körperhaltung drückte Susanna aus, wie unangenehm ihr die Nähe von Sophia war. Er fragte sich, warum Antonius Freundin Alex und Sophia so auflaufen ließ. War es für sie wirklich nur ein Spiel? Oder wollte sie mit ihrem Geschick die Ermittlungen in die falsche Richtung schicken? Und wenn ja, warum? Was war mit Antonios Androhung, André zum Krüppel zu schlagen? Die hat er ausgesprochen, als André der Presse verraten wollte, dass die kleine Bertini gar keine Düsseldorferin ist. Also doch, Feinde, sagte Henri. Kommt darauf an, wie Sie das Wort Feind definieren. André und Antonio haben sich gemocht. Sophia setzte sich dicht neben Susanna auf das kleine Sofa, das unter der Schräge stand. Sie dreht den Spieß um, dachte Henri, und im gleichen Moment fühlte er Susannas Widerwillen gegen die aufgezwungene Nähe. Halten Sie es für möglich, dass André Antonio den vergifteten Kuchen gebracht hat? Das halte ich für ausgeschlossen. André hatte keinen Grund. Antonio war sein Arbeitgeber. Wie heißt nochmal das Sprichwort? Den Ast, auf dem man sitzt, sägt man nicht ab. Henri erklärte ihr, was sie über den Sandkuchen und den Zucker herausgefunden hatten. Das könnte natürlich sein. Olga hat mich gehasst, behauptete Susanne und blickte erst Henri, dann die Gräfin an. Warum hat Olga sie gehasst? fragte Sophia von der Seite. Weil ich sie und Maurice verpetzt habe. Das Gefühl großer Ohnmacht breitete sich in Henri Laval aus. Es gab in diesem Sechseck Olga, André, Antonio, Susanna, Susa und Maurice keinen gemeinsamen Nenner. Jeder behauptete etwas anderes. Und das womöglich nur zum Spaß. Er dachte an Alex' Bild von den glitschigen frisch gefangenen Fischen. Henri versuchte es trotzdem noch einmal. Es hieß, Maurice war für Olga nur eine kleine Affäre, gut für den Teint. Sie schnalzte lachend mit der Zunge und fragte, Wer hat Ihnen diesen Unsinn erzählt? Henri klatschte ärgerlich in die Hände. Was soll das? Bei meiner ersten Befragung, als ich sie bat, mir bei den Artisten weiterzuhelfen, taten sie so, als würden sie die Geschichten nichts angehen oder interessieren, und sie sagten, er holte sein Notizbuch vor und blätterte darin, André habe in Rom etwas mit einer Musikerin angefangen und Olga sich hier jemanden vom Personal angelacht. Das ist richtig. Sie haben wichtige Informationen unterschlagen. Sie wussten von Maurice, sagte Henri aufgebracht. Sie haben die falschen Fragen gestellt, antwortete Susanna ruhig. Und das tun Sie immer noch. Wollte Olga sich von André trennen? Nein, nicht jetzt, nicht später. Maurice sagt ja. Und sie habe das Geld gehabt, die Zeit zu überbrücken, bis sie eine neue Nummer mit einer anderen Frau aufgebaut hätte. Woher hatte Olga das Geld? Sie hat irgend etwas Wertvolles verkauft. Susanna schlug die Augen nieder und zum ersten Mal hatte Henri das sichere Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Also wollte sie sich doch trennen, fragte die Gräfin. Nein, antwortete Susanna ruhig. Es ist normal. Andrej ist nicht mehr der jüngste, also baute Olga eine Nummer, die ohne ihn funktioniert. Es war sehr klug, damit so rechtzeitig anzufangen. Henri ließ sich gegen die Sofalehne fallen. Wie war die Beziehung zwischen Ihnen und Antonio? Wie Geschwister. Wir waren nützlich füreinander. Wir haben einander vertraut. Keine weiteren Fragen? sagte Henri resigniert. Doch, erwiderte die Gräfin. Ich habe eine. Sonntagmorgen ist ein Taxifahrer tot aufgefunden worden. Fällt Ihnen dazu spontan etwas ein? Andrej und Olga sind an dem Morgen mit einem Taxi zum Bahnhof gefahren. Er wurde in Neuss gefunden, mischte Sophia sich ein, verärgert darüber, dass Annette ihre Entscheidungen nicht respektierte. Am Rheinufer, vor dem Swiss Hotel. Susanna drehte langsam den Kopf zu ihr. Sie halten André und Olga für schuldig, nicht wahr? Ja, antwortete Sophia knapp und stand auf. Wer sonst sollte den Zucker mit Erdnussallergenen versetzt haben? Oder waren Sie es? Wieder schnalzte Susanna mit der Zunge und lächelte, sichtlich erleichtert darüber, dass die Polizei endlich ging. Im Hausflur sprach keiner ein Wort, doch kaum vor der Tür machte Sophia ihrem Ärger Luft und bezichtigte Annette und Henri der Unterschlagung wichtiger Informationen. Ihr behindert die Ermittlungen, lachte sie. Falsch, antwortete Henri scharf. Wie haben Sie es genannt? Ob ich immer auf so breitem Feld ermittle, wenn die Zielperson schon klar ist? Ich sage Ihnen was. Sie liegen daneben mit Olga und André. Sophia trat zurück in den Schatten der Hauswand und wischte sich mit einem Taschentuch den Nacken unter ihren dicken Locken trocken. Du wirst ab sofort wieder mitermitteln und ich will alles wissen. Zu ihrem Entsetzen lachte Henri lautlos. Ich hänge dir ein Disziplinarverfahren an. Davon wirst du dich nie erholen drohte Sophia wieder und spürte die Lust in sich aufkeimen, diesen selbstverliebten attraktiven Franzosen einfach abzuknallen. Nie hatte sie jemand so auflaufen lassen, egal was sie tat, es prallte an ihm ab. Man kennt sich mit Disziplinarverfahren gut aus, sagte Henri mit einem beißenden Ton in der Stimme, und als er das unsichere Flackern in Sophias Augen sah, wusste er, wonach er suchen musste. Von mir aus. Er trat einen Schritt näher, können Sie mir so viele Verfahren an den Arsch hängen, wie Sie wollen. Aber ich werde auf keinen Fall einer mittelmäßigen Ermittlerin dabei helfen, sich auf einem Posten zu etablieren, auf den sie nicht gehört. Haben wir uns verstanden? Reflexartig holte Sophia aus. Und genauso reflexartig fing Henri ihre Hand ab. Er drehte sich um und wollte gehen. Zögerte. Blieb stehen und fügte hinzu. Und wenn Sie die Gräfin auch noch suspendieren, wird dieser Fall Ihr ganz persönlicher Zauberlehrling. Merken Sie sich das, meine Damen, sagte er so charmant wie möglich und ließ sie stehen. Henri schluckte seinen Groll hinunter. Er wusste jetzt, dass der Taxifahrer in diesem Spiel eine wichtige Figur war, und er musste herausfinden, zu welcher Seite er gehört hatte, zu den Artisten oder zu den Mördern. Oder war das ein und dasselbe? Sophia sank in sich zusammen. Tränen schossen ihr in die Augen. In weinerlichem Ton sagte sie Ich mache alles falsch. Annette reichte ihr ein Taschentuch und fragte sich wieder, was mit Sophia nicht stimmte, woher diese drastischen Stimmungsumschwünge kamen. Ich meine das natürlich nicht ernst mit dem Dizi, sagte sie leise und trocknete ihr Gesicht. Lass gut sein, antwortete Annette. Gehen wir dort drüben einen Kaffee trinken und warten auf die Truppe für die Hausdurchsuchung? bot Sophia vorsichtig an und Annette nickte. Sie gingen zu dem kleinen Imbiss, der mitten auf der Kreuzung des Graf-Adolf-Platzes stand. Kaum hatten sie an einem der Stehtische ihren Kaffee und die Croissants abgestellt, fragte Sophia, Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Was ist mit dieser Susa Bertini? Annette rührte in ihrem Kaffee und war ratlos, was sie antworten sollte. »Glaubt mir oder nicht«, sagte sie schließlich. »Henri erzählt mir nichts, weil er mich nicht in Schwierigkeiten bringen will. Susanne hat mich beim Besuch mit dir gebeten, wiederzukommen. Mit Henri. Also habe ich das getan. Warum er plötzlich die verunglückte Seiltänzerin ins Spiel gebracht hat, weiß ich nicht. Du hättest es mit mir absprechen müssen.« Die Gräfin fixierte die Haustür des Künstlerhauses auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Die Mongolinnen kamen nach Hause, mit vielen Plastiktüten beladen. Du machst es uns nicht gerade leicht, sagte Annette. Ihr mehr auch nicht. Mag sein. Annette tauchte ihr Croissant in den Schaum des Kaffees, sah ein Taxi vor dem Künstlerhaus halten und fragte, Warum hast du den Taxifahrer abgeschoben? Du musst auch meinen Fähigkeiten ein wenig vertrauen. Annette beobachtete einen Jungen mit Schirmmütze und einer Tasche, der ins Taxi stieg. Seine Bewegungen erinnerten sie an einen Balletttänzer. Und ich möchte mir mein Recht auf eine eigene Meinung erhalten. Sophia lachte. Du wirkst so nett und harmlos, und in Wahrheit bist du knallhart und lässt dir nicht das kleinste Stück Butter vom Brot nehmen. Also sag schon. Annette drehte sich zu Sophia um. Der Taxifahrer ist mit Kalium ermordet worden. An der Einstichstelle wurde Insulin gefunden, in den Künstlergarderoben wurden Spritzen gefunden, Putian ist Diabetiker. Wir haben eine nicht offizielle, also in keiner Taxizentrale gemeldete Fahrt am Freitagabend vom Apollo. Irgendwer muss den Taxifahrer angerufen haben, denn es gab keinen offiziellen Auftrag über die Zentrale, und er hat nicht in der Schlange der anderen vor dem Apollo gestanden. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es Olga, die bei ihm eingestiegen ist. Annette machte eine kurze Pause, um Luft zu holen, und schloss mit den Worten Ich weiß nicht, wie das in Hessen gehandhabt wird, bei uns Rheinländern reicht das normalerweise, um zu ermitteln. Und was würde jetzt Superbulle Laval machen? fragte Sophia bissig. Versuchen herauszufinden, ob die Fahrt vom Künstlerhaus zum Bahnhof über eine Taxizentrale lief, und wenn nicht, ob es sich um denselben Taxifahrer handelte, und wie Olga oder André mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Annette beobachtete Sophia, wie sie ihr Croissant aß, und dachte, sie isst nicht, sie vernichtet dieses Hörnchen. Gut, Annette, du hast gewonnen. Noch einen Kaffee? Verdammt, Sophia! Es geht hier nicht um Gewinnen, sondern darum, gemeinsam einen Mord aufzuklären, wo jeder das Seine beisteuert. Annette drehte sich zum Fenster und sah, dass die Truppe für die Hausdurchsuchung ankam. Nein, danke, keinen Kaffee mehr. Deine Hausdurchsuchung ist da. Kommst du mit? Nein, ich sagte doch, ich bringe meine Tochter zum Reiten. Wir sehen uns morgen bei der Besprechung. Sie verließen den Imbiss, und Annette winkte Zorro zu, der gerade das Auto auf der anderen Seite packte. Sie nahm an, dass Henri ihn informiert hatte. Annette überquerte die Straße und lief in die Königsallee, wo ihr Auto im Schatten stand. Gerade als sie aufschloss, trat Henri aus einem Hauseingang. Sag bitte nichts. Ich ahne, dass du eine Stinkwut auf mich hast, Gräfin. Quatsch! Du hast uns erst gestern Abend darauf hingewiesen, und wie war die Erklärung von Susanna über Eigenverantwortlichkeit? Kann ich dich irgendwo absetzen? Er trat seine Zigarette aus, stieg ein und sagte Andreastraße. Annette seufzte. Das also auch noch. Ich will nur, dass du einen Blick darauf wirfst. Geht das? Was noch? Sie fuhr aus der Parklücke Richtung Altstadt. Wo wir gerade dabei sind, ich habe Joyce ein Interview mit Sophia versprochen, und da du ja, sagte Henri unbehaglich, vergiss es. Joyce ist deine Freundin. Und es ist dein Deal. Sie fuhren eine Weile schweigend, dann sagte Annette, ich habe übrigens Sophia gerade alles gesagt, was wir wissen. Auch das von dem Taxifahrer, den Spritzen im Apollo und so weiter. Henri nickte. Es war richtig. Wenn ich auch fürchte, sie wird mit ihrem Aktionismus wieder einiges vermasseln. In der Andreastraße mussten sie einen Moment warten, weil ein großes Sperrmüllfahrzeug den Weg blockierte. Henri rief Bernd an. Chef, was für ein Vergnügen, meldete der sich. Womit kann ich dienen? Die Saubermänner. Die haben gestern im Künstlerhaus sauber gemacht und Zorro verärgert, du erinnerst dich? Heute waren die wieder da. Ich will wissen warum. Von der Truppe sprach keiner Deutsch, könntest du ihren Chef ausfindig machen? Ist notiert. Sonst noch was? Ja. Er warf einen kurzen Seitenblick auf Annette. Ich hätte gerne einen Überblick über die Disziplinarverfahren der letzten zwölf Monate beim LKA Hessen. Bernd pfiff. Das ist gut. Es von der Seite anzugehen. Der Gedanke ist mir nicht gekommen. Kümmer mich drum. Bis später. Fair ist das nicht, sagte Annette wenig überzeugt. Wie man in den Wald hineinruft, ich habe nicht als erster gebrüllt. Bist du dir ganz sicher? Yes, ma'am. Als Annette vor der Kneipe mit dem Namen Annabel parkte, kamen zwei Fahndungen über den Polizeifunk. Dem Mörder Arndt Gisolf, den Henri vor einer Woche gefasst hatte, war die Flucht gelungen. Auf dem Weg zum Gericht hatte es einen Stau auf der Oberkasseler Brücke gegeben. Gisolf war aus dem Wagen entkommen, über das Geländer geklettert und in den Rhein gesprungen. Bisher fehlte von ihm jede Spur, trotz umgehend eingeleiteter Ringfahndung. Die zweite Nachricht lautete, dass die Lebensgefährtin des ermordeten Antonio Nunez flüchtig war. Als Henri ausgestiegen war, legte er seine Hände auf das heiße Autodach, blickte Annette, die auf der anderen Seite stand, an und sagte. Ich fühle mich wie beim Mensch ärger dich nicht spielen. Du bist fast am Ziel und stehst plötzlich wieder ganz am Anfang. Taxi! rief Annette plötzlich. Sie wurde von einem Taxi abgeholt und war als Junge verkleidet, mit einer Schirmmütze. Annette wählte die Einsatzzentrale an und gab die Informationen weiter. Und Gisolf? fragte sie Henri mitfühlend. Alles zu seiner Zeit. Lassen wir den erst einmal im Rhein schwimmen. Vielleicht tut er mir den Gefallen und geht einfach unter. Spart Steuergelder, meinte er zynisch. Dann rief er Bernd erneut an und bat um die Überprüfung des Taxis, das vor einer halben Stunde am Künstlerhaus Susanna abgeholt hatte. Anschließend betraten sie gemeinsam den dunklen Schankraum. Wie gestern stand der Kneipier Joe Tönnes hinter der Theke und polierte Gläser. Das geschah so routiniert, dass Henri sicher war, dass es sich nicht um eine eigens für ihn entwickelte Show handelte. Herr Laval, einen Kaffee? Henri ahnte, dass es völlig sinnlos war, Joe Tennis zu fragen, was gestern passiert war, deshalb verzichtete er. Ist der Doktor? Der Blick des Kneipiers glitt zur Uhr. Ziemlich wahrscheinlich. Darf ich Sie anmelden? Henri legte einen 50-Euro-Schein auf die Theke und sagte: Lieber nicht. Wäre besser für Sie, wenn Sie sich dieses Mal daran halten würden. Joe Tennis lachte vielsagend, nickte und sagte, Sie haben echt Sportsgeist bei der Bullerei. Annette folgte Henri über die schmale Treppe nach oben. Schon von unten war Stimmengewirr zu hören. Als sie die Hälfte der Stufen hinter sich gelassen hatten, sah Henri, dass das Zimmer, in dem gestern die Liege gestanden hatte, leergeräumt war und Maler die Wände strichen. Dr. Himmel saß in seinem Besprechungszimmer und lächelte ihn siegessicher an. Ich lasse mein Wohnzimmer renovieren. Möchten Sie ein Glas Champagner, Herr Kommissar? Henri schloss einen Moment die Augen und versuchte seiner Wut Herr zu werden. Nach dem Wohnzimmer kommt das Sprechzimmer dran. Ich habe beschlossen, in den Vorruhestand zu gehen. Henri trat an den Schreibtisch und sagte, geben Sie uns bitte die Unterlagen, die Sie von den Artisten haben, denn es könnte sein, dass die hilfreich sind. Ich nehme an, Sie sind immer noch ohne Durchsuchungsbeschluss hier. Dr. Himmel beugte sich lächelnd hinunter, zog ein Schubfach auf, entnahm elf Umschläge und reichte sie Annette über den Tisch. Sind Sie eine Kollegin? fragte er mit weicher Stimme und strich mit der linken Hand über sein pomadisiertes Haar. Gerichtsmedizinerin, antwortete sie ruhig, während sie den Inhalt der Umschläge überflog. Ich bevorzuge die Lebenden, sagte er. Wenn Ärzte nicht an den Toten lernen können, müssten sie das an Lebenden tun, und das kann schnell mal Tote geben, murmelte die Gräfin ungerührt, verschloss die Umschläge und steckte sie in ihre große Umhängetasche. Was hat sie plötzlich dazu bewogen, ihre Tätigkeit aufzugeben? fragte Henri, um ehrlich zu sein. Ihr Besuch gestern, ich habe mir stets gesagt, wenn es einmal so weit kommt, dass die Polizei vor der Tür steht, ist Schluss. Deshalb überlasse ich Ihnen auch mit dem größten Vergnügen meine Unterlagen. Henri zögerte, denn es lag eine melancholische Ehrlichkeit in Himmelshaltung. Wo waren Sie vergangene Freitagnacht? Wo sollte ich schon gewesen sein? Hier und einige Betrunkene, die ich verarztet habe, sind mein Alibi, sollte ich eins brauchen. Henri zögerte, in Himmels Augen flackerte es, was Angst oder die Unruhe eines Süchtigen, der die nächste Pille brauchte? Wovon wollen Sie jetzt leben? Ich komme aus reichem Haus und habe eine beträchtliche Erbschaft gemacht, das reicht allemal, bis meine Leber aufgibt. So viel Selbstmitleid und Edelmut? fragte Henri und setzte sich ihm gegenüber. Ich dachte, Sie seien das schwarze Schaf in der Familie und vom Vermögen ausgeschlossen. Pflichtteil. Dr. Himmel lächelte ihn manieriert an, nahm die Flasche Champagner und goss sein Glas wieder voll. Meine Leber ist durch, wie Ihre werte Gerichtsmedizinerin sicher schon unschwer erkannt hat. Ich komme bestimmt auf keine Liste zur Transplantation. Haben Sie Kinder? Ja. Eine Frau oder Freundin? Auch. Warum fragen Sie? Das sind gute Gründe, um weiterzuleben. Ich habe weder das eine noch das andere und sage das ohne Zynismus. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wieso renovieren Sie dann noch? Man will es doch schön haben zum sterben. Nicht doch ein Gläschen oder Sie, schöne Totengräberin? Henri fragte sich, warum Dr. Himmel gestern so verunsichert auf seinen Besuch reagiert hatte und ihm heute derart aufgeräumt und souverän gegenüber saß. Als er später mit Annette darüber sprach, winkte sie ab. Typisches Verhalten. Wenn du morgen wieder hingehst, jammert und weint er vielleicht wie ein kleines Kind. Es kommt ganz darauf an, welche Pillen gerade wirken. Und du musst schon lange schlucken, bis die Leber es dir ins Gesicht schreibt. Es ist eine Krankheit, sagte Henri. Sicher. Und das Schlimmste ist, sie hört nie auf. Zum Glück sind mir davon noch nicht so viele begegnet. Drogen, Alkohol, ja. Aber Pillen? Oder du hast sie einfach nicht erkannt. Sie gingen schweigend durch die Straße. Drückend lag die Hitze auf der Stadt und kein Windzug erbarmte sich. Henri nahm sein Handy aus dem knittrigen Jackett und rief Bernd an. Du schon wieder? Ich hätte gerne eine Kontenauskunft. Dr. Andreas Himmel. Prioritäten? Hm. Die Taxifahrt. Himmel. Saubermänner. Dicis. LKA. Meinst du, Henriette hat das mit dem Essen gestern ernst gemeint? Henri sagte mit einer leisen Ironie in der Stimme, »Bestimmt. Heute Abend musst du allerdings mit meiner Kost vorlieb nehmen, so um sieben.« Er beendete das Gespräch und Annette fragte, »Wo willst du jetzt hin?« »Nach Oberkassel und Himmelgeist.« »Meldest du dich heute Abend?« Sie schloss ihre Autotür auf. »Ja, mache ich.« »Was denkst du? Warum ist Susanne abgehauen?« »Ich fürchte, sie ist auf der Flucht.« er winkte Annette Graf zu und verschwand dann in der U-Bahn-Haltestelle. Er wollte erst nach Oberkassel, wo die drei Frauen lebten, die als aktive Bekanntschaften in Nunez Adressbuch markiert waren. Als er durch die Eingeweide der Stadt schaukelte, versuchte er, die vielen losen Enden zu verknüpfen. Eine SMS von Bernd erreichte ihn. Saubermännerchef weiß nichts davon, kann Einsatz seiner Truppen lückenlos nachweisen. Henri lehnte den Kopf zurück. Er wusste, warum Bernd eine SMS vorgezogen hatte. Walter wurde immer verdächtiger. Wer sonst hätte eine Putzkolonne als Saubermänner verkleidet und so penibel das Haus reinigen lassen? Und mit welchem Ziel war das geschehen? Welche Spuren sollten vernichtet werden? Es machte Henri wahnsinnig, dass er nicht dahinter kam, wem nunes Tod so sehr nützte, dass er einen Mord in Kauf nahm. Er hasste die Willkür des Todes, und oft schien es Henri, dass der Tod eine bis heute nicht entdeckte Lotterie der Hölle war. Außer bei Mord. Da ähnelte der Tod einem geschickten Hausierer, der denjenigen mitnahm, der so dumm war, ihm die Tür zu öffnen. Wem hatte Nunez die Tür geöffnet, und warum? Sein Handy vibrierte in der Tasche. Obwohl er die Nummer nicht kannte, nahm er ab. »Hast du eine Idee, wohin Susanna ist?« »Ich würde es begrüßen, wenn Sie mich siezen könnten.« das tue ich selten bei Männern, mit denen ich im Bett war. Also, wo könnte Susanna sein? Henri nahm an, dass Sophia alle Unterlagen gewälzt und festgestellt hatte, dass Susanna in Deutschland nicht offiziell gemeldet war. Wir waren nicht miteinander im Bett. Tut mir leid, wenn du dich daran nicht erinnern kannst. Es war sogar ganz schön. Jetzt reicht es, dachte Henri und sagte zum Erstaunen seiner Mitfahrer, es wurden am Morgen danach weder Spermien in meinem Hahnleiter gefunden, noch ihr Scheidensekret. Hören Sie endlich auf mit dieser Komödie, Sophia. Außerdem haben Sie mir ein starkes Schlafmittel in den Drink gemixt. Fragen? Quod est demonstrandum? Mit dem größten Vergnügen. Fragen Sie die Gräfin. Henri legte auf und blickte in das verblüffte Gesicht einer ihm gegenübersitzenden Frau. Links daneben kicherte ein junges Mädchen. Er entschied kurzerhand, die U-Bahn an der Lugallee zu verlassen und einige Meter zu Fuß zu gehen. Oberkassel war abgeschnitten von den lärmenden Fußballfans in der Altstadt, als gehöre sich die schlichte Feierlaune nicht für die ehrwürdigen alten Häuser. Bei seinen Gesprächen erfuhr Kommissar Lawal nichts, was ihm weiter half, außer, dass er den Gutmenschen Antonio Nunes kennenlernte. Dreimal trank er in klimatisierten Wintergärten oder Bibliotheken aus zierlichen Tassen Tee und hörte, dass Antonio Nunes in der Schickeria Düsseldorfs unterwegs gewesen sei, um Gelder für Roma und Sinti-Kinder in Rumänien zu sammeln. Fahrendes Volk für fahrendes Volk hieß dieses Projekt, von dem Henri noch nie gehört hatte. Als Henri mit dem Taxi in dem aufgeräumten Stadtteil Himmelgeist ankam, der zurecht für sich in Anspruch nahm, älter zu sein als Düsseldorf, rief er seine Freundin an. Was ist? Danke, es geht mir gut, lieber an. Kommst du heute Abend? Da ich so verzichtbar bin, beschäftige ich mich lieber mit ein paar Geschäften, die mein Interesse in bares Geld umwandeln. Einen schönen Abend! Hoppla, dachte Henri, die ist ja richtig sauer. Er nahm sich keine Zeit, darüber nachzudenken, sondern betrat die Stammkneipe des Taxifahrers Jannes Mühlensiepen zur Rheinfähre. Er war drinnen der einzige Gast, nahm an der Theke Platz und bestellte sich ein Glas kühlen Weißwein. Der Wirt arbeitete mit gutem Gedächtnis die Bestellungen der Kellner ab, die unablässig mit neuen Wünschen von der Terrasse hereinkamen. Henri verließ sich darauf, dass trotzdem eine Pause kommen würde, und auf das Rheinländische naturell, dass es einfach nicht erlaubte, sich mehr als fünf Minuten schweigend an einer Theke gegenüberzustehen. Auf Besuch in Himmelgeist brummte der Wirt und goss Henri's Glas unaufgefordert wieder voll. Ich untersuche den Todesfall Jannes Mühlensiepen, einer ihrer Stammkunden. Der Wirt arbeitete zwei Bestellungen ab und kam zu Henri zurück. Ich habe mich schon gewundert, warum von euch keiner hier aufkreuzt. Nun, ich bin Peter Tönnes. Henri zuckte zusammen, trank einen Schluck und fragte Sind Sie verwandt mit Joe Tönnes in der Kneipe Annabelle in der Andreastraße? Joe ist mein kleiner Bruder. Wir sind eine traditionelle Familie von Wirten, mit Leib und Seele dabei. Frank hat das Jutehaus in Kaiserswerth und der kleinste, Pepe, die Segelklause in Hamm. Immer schön am Rhein entlang kommste bald bei Tönnes an. Dicht am Rhein sichert Kunden. Er verschwand an das andere Ende der Theke, nahm zwei Bestellungen an, die er konzentriert ausführte, und stand gleich wieder bei Henri. Was können Sie mir zu Jannes Mühlensiepen sagen? Hm, seltener Gast, ruhiger Zeitgenosse. Liebe Familie, zwei süße Mädels. Eher ein verschlossener Typ. Der vielleicht etwas zu verbergen hatte? Peter Tönnes kräuselte nachdenklich den Mund, beugte sich zu Henri hinunter und sagte: Ja, ich glaub schon. Gut, der hat geschuftet, viele Nachtschichten gemacht. So ein Häuschen hier im Himmelgeist kannst du davon wiederum nicht kaufen. Aber was? Er stellte sich gerade hin und hob die Hände. Keine Idee, war ja ein zugezogener. Hat vor drei Jahren gekauft, das Taxi war seins. Hatte er Freunde hier in Himmelgeist? Nee, war eben eher so ein Stiller. Saß bei seinen seltenen Besuchen in der Ecke, trank mäßig und spielte ab und an mal mit Skat, wenn dem Stammtisch ein Mitspieler fehlte. Es hieß, er habe vorher am Aachener Platz gewohnt. Tja, dachte Henri, das ist ein Klassensprung, vom Aachener Platz zu einem Eigenheim in Himmelgeist. Da Bernd auf seinen Konten nichts gefunden hatte, musste es um Bargeld gehen. Könnte es, fragte er sich mit dem Bargeld zu tun haben, das Antonio Nunes angeblich für die Operation seiner Schwester abgehoben hat? »Das ist total unsinnig«, dachte er gallig und fragte. »Wem hat denn das Haus vorher gehört?« »Mizi und Johann.« »Und wo finde ich die?« »In Neuseeland. Die sind ausgewandert, vor zwei Jahren.« »Noch ein Wein?« Henri winkte ab, zahlte und bat den Wirt, ein Taxi zu rufen. »Was wissen Sie von Dr. Himmel?« Peter Tönnes prüfte, ob sie allein waren, und antwortete dann Armer Schlucker. Meine Mutter nannte ihn einen Fehltritt des Adels. Die Pinte Annabelle ist die Goldgrube unserer Familie. Altstadt geht immer. Wer von uns Jungs die wollte, musste Himmel in Kauf nehmen. Mein Vater hatte ein zu gutes Herz. Soweit ich jedoch weiß, zahlt Himmel regelmäßig seine Miete. Ob der was kann? Das weiß der Himmel. Er lachte laut über seinen eigenen Witz und als Henri sich nicht anstecken ließ, sagte er trocken: „Das ist übrigens Ihr Taxi. Wie heißen Sie? Henri Laval. Oh, als ob wir nicht genug Franzmänner hier gehabt hätten. Nichts für Ungut. Bin in freundlicher Absicht und nicht zwecks Übernahme in Düsseldorf. Die Gräfin legte die Fräse zur Seite, weil durch die Sägegeräusche das Klingeln der Sicherungstür drang. Kaum hatte sie aufgedrückt, baute Sophia sich mit hochrotem Kopf auf der anderen Seite der Bahre auf, und die Gräfin wusste sofort, Henri hat es ihr gesagt. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Dass du es wusstest? Schon mal was von Solidarität unter Frauen gehört? Auf welcher Seite stehst du? keifte Sophia los. Auf der der Wahrheit, sagte die Gräfin ruhig. Kommst du bitte von der Leiche weg? Ich möchte deine Haare oder deinen Speichel nicht darauf finden müssen. Sie ging in ihr kleines Büro, das über ein Kellerfenster etwas Außenlicht bekam, und nahm sich einen Kaffee. Möchtest du auch? Sophia ließ sich schwer auf den Plastikstuhl fallen. Dann stimmt es also. Ja. Henri kam am frühen Morgen hier an. Wir haben eine Blutprobe genommen, einen Abstrich seines Hahnleiters gemacht und seinen Schwanz außerdem auf Scheidensekret untersucht. Hast du was mit ihm? Ich bin seine Freundin und Ärztin. Totengräberin. Giftete Sophia verächtlich. Annette hatte es zu oft gehört und konterte routiniert. Medizin beobachtet den gesunden Menschen aufmerksam, behandelt den Kranken mit bestem Wissen, lässt den Sterbenden nicht allein und lernt von den Toten. Die Gräfin blickte Sophia ernst an. Das hast du dir selbst eingebrockt. Lass deine Wut also nicht an mir aus. Sophia sprang auf und verschwand türenknallend. Multiple Persönlichkeit. Murmelte Annette und kehrte zu ihrer Leiche zurück. Henri saß an der Rheinfront des Restaurants im Apollo und wartete auf Walter. Eine SMS von Joyce erreichte ihn: Auf dem Rückweg nach Moskau. Bringe Neuigkeiten mit. Nicht per Telefon. Holst du mich morgen am Flughafen ab? Lande um 16.10 Uhr in D. Gruß J. Henri schickte eine SMS zurück und brannte darauf, zu erfahren, was Joyce herausgefunden hatte. Ist deine Laune tatsächlich so übel, wie es aussieht? fragte Walter und setzte sich mit zwei Milchkaffee zu ihm. Allerdings. Wer hat gestern das Künstlerhaus vor Zorros Besuch gereinigt? Ich war es nicht, sagte Walter aggressiv. Wie soll ich mir da sicher sein? Irgendjemand hat möglicherweise brauchbare Spuren vernichtet, sogar die Mülltonnen geleert, und der Einzige, der wusste, dass Zorro kommt, warst du. Walter starrte Henri an. Vielleicht haben die Künstler gemeinsam beschlossen zu säubern, bevor ihr anrückt. Für wie blöd hältst du die? Es war klar, dass ihr kommen würdet. Die Frage war nur wann. Walter trank einen Schluck und fügte hinzu. Ich dachte, das mit dem Misstrauen hätten wir gestern geklärt. Wo finde ich Susanna? Keine Ahnung. Wenn sich einer damit auskennt, unerkannt zu reisen, dann sie. Wieder einmal erschien es Henri als existiere die Artistenwelt als autarker Kosmos. Völlig losgelöst vom Rest der Gesellschaft. Woher weißt du, dass sie verschwunden ist? Ich habe nur gefragt, wo ich sie finde. Jetzt halt mal die Luft an. Du selbst hast mir vor vielen Jahren den Polizeifunk ins Auto installiert. Susa, was willst du von ihr? Das musst du schon mir überlassen. Dann finde sie auch ohne mich. Walter stand auf und ließ Henri allein, der sich bemühte, tief zu atmen, um nicht zu brüllen. Sein Handy klingelte. Gräfin? Eins zu null für dich. Sophia ist auf dem Rückzug. Sie war bei dir? Gleich zweimal. Nach der ersten Wut kam sie wieder, plädierte auf eine zweite Chance und gute Zusammenarbeit, so unter uns Frauen. Henri berichtete Annette von seinem Zusammenstoß mit Walter. Während er sprach, bemerkte er, wie schwer es ihm fiel, Verdachtsmomente zu äußern, die seinen langjährigen Freund belasteten. Er hatte es noch immer nicht fertiggebracht, Annette oder Zorro oder Bernd zu erzählen, dass Walter für den Mordabend kein reines Alibi hatte. Ich stelle es mir auch schwer vor, Freundschaft und Ermittlung zu trennen. Hör mal, die Papiere von Dr. Himmel sind, wenn du von der illegalen Vorgehensweise absiehst, nicht zu beanstanden. Er ließ die Blutproben auf allerlei Viren untersuchen und komischerweise auch eine Blutgruppenbestimmung machen. Wieso komisch? fragte Henri nach. Das machst du nur, wenn du eine Transfusion brauchst, Andererseits sollte jeder seine Blutgruppe im Pass stehen haben, für alle Fälle. Und wenn Antonio, wie du sagst, extrem vorsichtig war, hatte es vielleicht einen tieferen Sinn. Gräfin, ich muss Schluss machen, da kommt Viktor, dem möchte ich ein paar Fragen stellen. Er beendete das Gespräch und winkte den jungen Russen zu sich. Wie geht's dir? Willst du was trinken? Nein, danke. Vor der Aufführung trinke ich nie. Wie geht's dir? In seinen dunklen Augen las Henri eine unerwartete Freundlichkeit, die ihn verwirrte. Weißt du, wohin Susanna wollte? Die ist weg? Henri sammelte sich einen Moment, dann beschloss er mit offenen Karten zu spielen. Ich war heute bei ihr. Allerdings hat meine Chefin mich erwischt, und so konnte ich nicht allein mit Susanna reden. Das Apartment wirkte da bereits, das ist mir leider erst später eingefallen, unbewohnt. Ich bin sicher, sie wollte mir etwas Wichtiges sagen. Jetzt mache ich mir Sorgen um sie. Verdächtigst du, Susanna? Henri überlegte, trank von seinem Kaffee, zündete eine Zigarette an und antwortete Nein, ich glaube eher, dass sie auf der Flucht ist, und ich würde ihr gern helfen. Er beobachtete, wie der freundliche Ausdruck verschwand und das verschlossene Gesicht zurückkehrte. Ich höre mich mal um. Kann ich gehen? Ich will proben. Wo sind die Spritzen? Welche Spritzen? Die, die Zorro Montagabend in deiner Garderobe gefunden hat. Ach, die. Die habe ich verloren. Ich wollte sie dir geben, als du unter der Rheinbrücke auf die Lady gewartet hast. Irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Viktor stand auf, blies eine dunkle Haarsträhne an die Seite und sah auf Henri hinunter. Du kannst mir ruhig glauben, sagte er und ging. Henri legte Geld neben seinen Kaffee und begab sich zum Ausgang. Am Kassenhäuschen fragte er, ob Maurice im Haus sei, und als die Frau bejahte, bat er darum, ihn anzurufen. Wenigstens hat er sich nicht in die Rheinfluten gestürzt, dachte Henri. Das kleine bunte Kassenhaus machte eher den Eindruck, als ob es zu einem Zirkus und nicht zu einem mondänen Varieté gehörte. Herr Laval? Maurice stand vor ihm. Hallo Maurice. Gehen wir ein Stück? Henri machte eine Geste Richtung Rhein. Auf den Wiesen lagen die Menschen dicht an dicht aus verschiedenen Richtungen, dröhnte wahlweise Musik oder die Berichterstattung der aktuellen Fußballspiele. Sie setzten sich auf eine Bank im Schatten der Platanen, die vom Apollo bis zur Altstadt ein grünes Dach bildeten. Hinter sich hörte er das Klicken der Bullkugeln und sehnte sich einen Moment nach Frankreichs Süden. Maurice, können Sie mir sagen, ob die Cats auch bei einer deutschen Agentur eingeschrieben waren? Trotz seines dunklen Teints schimmerte eine vornehme Blässe durch. Es schien Henri, als seien die Augen des jungen Marokkaners die traurigsten, die er je gesehen hatte. Groß und schwarz lagen sie tief in den Höhlen, umrandet von dichten Wimpern. Nein, bestimmt nicht. Das war ihnen zu teuer. Außerdem verfügten sie über gute Kontakte, so dass es gar nicht nötig war. Henri traute sich nicht, Maurice zu berichten, dass die allgemeine Einschätzung dahinging, dass Olga und André zusammenbleiben würden. Darüber hinaus, wer wusste schon, was Olga wirklich gewollt hatte? Wissen Sie, woher Olga das Geld hatte, um die Zeit zu überbrücken, bis die neue Nummer bühnenreif gewesen wäre? Henri zündete sich eine neue Zigarette an und bot Maurice eine an, der sie dankend aus der Packung zog und in der linken Hand behielt. Nein, ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht. Olga hat mir ein Rätsel aufgegeben, Sie sagte nämlich, wenn du darauf kommst, verrate ich es. Maurice ließ sich von Henri Feuer geben. Wie ging das Rätsel? So alt wie ich. Die Zahl zwei. Wie ein Kleidungsstück. Wer es nicht hat, will es unbedingt haben. Maurice sprach den Text so routiniert herunter, dass Henri klar wurde, wie oft er sich dieses Rätsel schon vorgesagt hatte. Klingt schwierig, sagte Henri mitfühlend. Ich werde es trotzdem lösen. Es ist das Einzige, was mir von Olga geblieben ist. Sie rauchten schweigend. Dann wechselte Henri das Thema. Der Sturz von Susa Bertini. Wissen Sie etwas darüber? Man munkelt, es hätte Antonios Kopf kosten können. Sein Glück, dass es keine Klage gab und die Geschichte verdammt fix wieder aus der Presse verschwunden ist. Normalerweise war Antonios Pressepräsenz für das Apollo super, aber so etwas kann auch schon mal umschlagen. Hätte die Presse den Sturz zerrissen, wäre es das sichere Ende für seine Theaterleitung gewesen. Maurice trat seine Zigarette aus, zog mit den Füßen Spuren in den trockenen Sand und fügte hinzu Er hat einfach Glück gehabt. Bei den Frauen, der Presse, dem Job. Manche stehen eben auf der Gewinnerseite. Dafür gibt es offenbar kein Abo, wie Antonio bewiesen hat, bemerkte Henri lakonisch. Maurice kicherte zu seiner Überraschung und blickte ihm zum ersten Mal in die Augen. Eigentlich kann ich die Franzosen nicht besonders leiden und die Franzosen uns Araber ja bekanntlich auch nicht. Sie scheinen jedoch in Ordnung zu sein. Henri lachte und stand auf. Wenn André Olga nicht umgebracht hat, wer war es dann? Lösen Sie das Rätsel. Ich bin sicher, es hat damit zu tun. Auch Maurice erhob sich und blickte Henri aus seinen traurigen Augen an. Verraten Sie es mir, wenn Sie die Lösung gefunden haben? Versprochen. Einen guten Abend, Maurice, und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Henri lief zum Karlsplatz und erbettelte bei seinem französischen Lieblingsstand, was er für sein Abendessen brauchte, obwohl die Standbetreiber schon einpackten. Auf dem Weg nach Hause machte er in seiner Straße beim Delikatessengeschäft Münstermann Halt, Ignorierte die Preise und kaufte Milchlamm. Zu Hause angekommen, fragte er Henriette, Hast du Lust, mit uns zu essen? Ihr breites Grinsen irritierte ihn. Deshalb betrat er die Wohnküche. Mit einer Kopfbewegung zeigte sie auf die kleine Terrasse, die an ihre Küche anschloss. Dort reparierten Christa und ein unbekannter Junge ein Fahrrad. Für den habe ich nicht mit eingekauft, sagte Henri eifersüchtig. Und für mich? Sie tätschelte seinen Arm. Vergiss es. Ich hasse an. Ach. Kommt einfach rauf in einer halben Stunde. Sie hat ihm immerhin von ihrem coolen Vater vorgeschwärmt. Wahrscheinlich hat der Junge jetzt Angst vor dir. Besser ist das. sagte Henri, schloss die Tür und lief die Treppe nach oben, wo seine Tochter Alberta den Esstisch in Beschlag genommen hatte. Hallo, Papa. Süße, sagte er und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel dabei sah er, dass Henriettes Tarotkarten auf dem Tisch verteilt waren. Na warte, dachte er. Oma hat versprochen, mir das Kartenlegen beizubringen. Ich soll erst einmal mit den Karten vertraut werden, dann zeigt sie mir ein paar Legungen. Stolz drehte sie sich zu ihm um und fügte hinzu Dann kann ich dir bald dabei helfen, deine Mörder zu finden. Was gibt's zu essen? Henri stand an der Anrichte, packte die Einkäufe aus und antwortete Milchlamm mit Spargelrisotto und grünem Salat. Legst du die Karten weg und deckst den Tisch, bitte? Was ist ein Milchlamm? Sie kletterte von ihrem Stuhl und schob mit einer ausholenden Geste die Karten zusammen. Ein kleines Babylamm, das noch keine Gräser gefressen hat, sondern nur die Milch der Mutter getrunken. Deshalb ist das Fleisch besonders mild und zart. Alberta legte die Karten weg, holte Besteck und runzelte die Stirn. Sind das die, von denen man in Frankreich auch den Darm isst? Henri unterdrückte ein Lachen. Er kannte kein anderes Kind, das den sinnlichen Genüssen des Essens so hemmungslos zugetan war, wie seine jüngste Tochter. Ja, genau wie vom Milchkalb. Wie viele sind wir? fragte sie misstrauisch. Mit ihrer Sensibilität hatte sie erspürt, dass von der schwesterlichen Solidarität nicht mehr viel übrig bleiben würde, sollte diese bei Philipp Erfolg haben. Henriette Bernd, ein unbekannter Gast, du und ich. Im selben Moment klingelte es und Alberta rannte die Treppe hinunter, um Bernd hereinzulassen. Hallo, Chef, das riecht super! Vermietest du mir euren Dachboden? Während Henri den Salat mit Dressing versah, geflissentlich im Risotto rührte und Alberta auf ihre unkonventionelle Art jedem einen anderen Teller auf den Tisch stellte, erzählte Bernd von seinen Neuigkeiten. Zu den Konten des guten Dr. Himmel bekomme ich mit viel Glück morgen, sehr wahrscheinlich aber erst am Freitag Infos. Das ist die Stadtsparkasse und die haben doch tatsächlich, wie ich heute feststellen musste, einen neuen und besser gesicherten Zentralrechner. Er half Alberta dabei, die ebenfalls völlig verschiedenen Gläser zu verteilen. Beim LKA und BKA hat mein Kontakt angedeutet, er hätte eine Liste für mich, aber der will einen Deal und das wollte ich erst mit dir besprechen. Hat er nur eine Liste? »Oder ist auf der Liste unsere Zielperson sicher drauf?« fragte Henri vom Herd, wo er das Lamm anbriet, und bat Alberta. »Holst du bitte das Fußvolk aus den unteren Etagen?« »No risk, no fun. Das will er nicht sagen«, sagte Bernd achselzuckend. »Für was gibt er die Liste raus?« Henri stellte den Salat auf den Tisch. »Zugang zu meiner Kreditkartendatenbank.« »Das ist teuer.« »Wie viel ist dir Sophia wert?« was immer er will, wenn es für dich okay ist. Keine Frage, auch wenn ich gerade begonnen hatte, mich an ihre wohlproportionierte Weiblichkeit zu gewöhnen. Alles hat seinen Preis. Meine Reden, sagte Henriette, die mit Christa zur Tür hereinkam. Henri bemerkte dankbar, dass dieser Philipp offenbar nach Hause gefahren war, und freute sich, dass er als Vater immerhin seinen guten Willen gezeigt hatte. Henri zerschnitt den Lammrücken gekonnt, verteilte das rosa Fleisch auf die Teller, träufelte etwas Sud darüber und gab das Risotto dazu. In solchen Momenten fragte er sich, wie er die miserable Küche seiner Exfrau Lisa so lange hatte ertragen können. Bernd kaute mit geschlossenen Augen. Christas Gesicht leuchtete, als hätte sie wieder Champagner getrunken, und Alberta hatte einen Knochen in den Händen, den sie konzentriert ablutschte. Ich habe eine besonders nette Information für dich murmelte Bernd kauend. Lass hören. Henri goss Henriette, Bernd und sich selbst Wein nach. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich meinen Kontakt bei dem Netzwerkprovider so weit hatte, dass er ein Backup von gelöschten Daten noch einmal hochgefahren hat. Ist das eigentlich legal, was Sie da machen? fragte Henriette interessiert und bekam unter dem Tisch einen leichten Tritt von Henri. Bernd grinste und fuhr fort. Ein Anruf Freitagnacht und der drittletzte Anruf von Andres Handy gingen an eine deutsche Mobilnummer. Das weiß ich seit gestern Abend. Dieses Handy ist nicht zu finden, weil ausgeschaltet und offiziell nirgendwo gemeldet. Als ich heute dieselbe Nummer auf dem Festnetzanschluss von Susanne fand, bevor die offizielle Taxizentrale angerufen wurde, habe ich mir diese Handynummer genauer angesehen. Er lächelte Henri siegessicher an. Und? fragte dieser gehorsam. Es ist die Handynummer unseres mysteriös verstorbenen Taxifahrers. Wie hast du das herausgefunden? Nun, laut Auskunft bei den Kollegen, die den Fall bearbeiten, hatte Jannes Mühlensieten kein Handy. Sie haben im Auto keines gefunden, in der Datenbank war keines, das auf ihn angemeldet war, und die Taxizentrale kannte auch keine Handynummer von ihm. Bernd häufte Risotto auf seine Gabel. Dann habe ich Antonios Büro und Handynummer geprüft und siehe, auch er hat diese Handynummer gelegentlich angerufen. Nunez Sekretärin wusste dann endlich, wohin sie gehört. Zu Jannes Mühlensiepen. Taxi-Schwarzfahrten? tippte Henri, stand auf, holte den Topf vom Herd, verteilte das restliche Risotto und setzte sich wieder. Nehme ich an. Henri hielt mit der Gabel auf halbem Weg zum Mund inne. Aber wohin hat dieser Jannis mühlen Olga am Freitagabend, also Antonius-Mordnacht, gefahren? Bernd übernahm. Und als mühlen zwei Tage später Olga und André zum Bahnhof fuhr, um kurz vor acht, auf wessen Anweisung ist er anschließend nach Neuss gefahren? Von der Taxizentrale war er seit sieben Uhr abgemeldet. Nach Andrés Anruf erfolgten auf dieser Nummer keine weiteren Eingänge. Wie dumm von Sophia! »Erst ahnt sie den Zusammenhang der Mordfälle, und dann dividiert sie sie auseinander«, sagte Henri ärgerlich. »Warst du in der Stammkneipe?« Henri berichtete von seinem Besuch im Fährhaus, der überraschenden Verbindung zur Kneipe Annabel in der Andreasstraße und Schloss. »Zu Mühlen Frau habe ich mich nicht getraut. Da waren ja sicher schon die Kollegen.« Bernd winkte ab. »Bringt auch nicht viel.« die ist erst 24 und hat sich hauptsächlich darauf verstanden, für sich und ihre zwei Töchter sein Geld auszugeben. Er stand auf und half Henri beim Abräumen. Henriette verzog sich mit Alberta an den Wohnzimmertisch aus Apfelsinenkisten und erklärte ihr eine einfache Tarotlegung. Das Kreuz. Christa verzog sich in ihr Zimmer. Zu den deutschen Künstleragenturen kann ich dir nichts sagen, fuhr Bernd fort. Die Cats waren offenbar nur in Moskau gemeldet. Henri schraubte die Espresso-Kanne zusammen und sah plötzlich den Sperrmüllwagen in der Andreasstraße wieder vor sich. Verdammt! Dieser Doc hat sein gesamtes Geraffel vor unseren Augen abtransportieren lassen. In kurzen Sätzen schilderte er Bernd, was heute in der Andreasstraße vorgefallen war. Deshalb war dieser Pillenschlucker so freundlich und aufgeräumt. Können wir das Fahrzeug finden? <laughs> nee. So was haben wir schon mal versucht geht nur, wenn der Wagen erst am späten Nachmittag gesammelt hat. Der Kram von heute Morgen ist schon weiterverarbeitet. Wenn du keinen dringenden Verdacht auf eine Leiche im Müll anbringen kannst, halten die ihre Maschinen nicht an. Ich kann ja mal meine jugendliebe Simone bei der Avista anrufen, aber mach dir bitte keine Hoffnung. Henri starrte auf die kleine Tasse, die vor ihm stand, und lauschte auf das Gemurmel hinter ihm auf dem Sofa. Er hatte plötzlich das Bedürfnis, sich von Henriette die Karten legen zu lassen. Was er sonst stets abgelehnt hatte, schien ihm jetzt das einzige Mittel zu sein, um Klarheit in dieses Chaos von Menschen, Beweggründen und Informationen zu bringen. Hör mal Bernd, wenn du morgen im Büro bist, finde bitte heraus, welche Zirkusse zurzeit in NRW gastieren oder auf der Durchreise sind. Ich bin sicher, die staatenlose Susanna wird mit einem Zirkus ausreisen. Nachdem Bernd voll des Lobes für das Essen gegangen war, Henriette mit ihm abgespült hatte und Alberta eingeschlafen war, ging Henri zu Christa. Sie lag im Bett, hatte Kopfhörer auf und träumte beim Licht der Nachttischlampe. Henri zog ihr zärtlich den Kopfhörer herunter. Hat Anns Plan funktioniert? Christa grinste so breit, dass eine Antwort sich erübrigte. Ist er es wert? Ich glaube schon. Und er kann Fahrräder reparieren. Bestell an, schöne Grüße. Werde ich tun. Ich laufe jetzt zu ihr rüber. Sorg du trotz Liebestormel dafür, dass alles glatt läuft, falls ich morgen früh nicht da sein sollte. Sie hielt einen Daumen hoch und zog den Kopfhörer wieder über die Ohren. Es war nach elf, als Henri aus dem Haus in die sommerlich warme Nacht trat. Aus dem Kneipenviertel der Altstadt dröhnte Musik zu ihm. Auf der Rheinuferpromenade sah er Amère. Henri erkannte ihn an seiner Art, sich zu bewegen. Mit der Kapuze über dem Kopf wirkte der Artist mit seinen geschmeidigen Bewegungen wie ein Raubtier und auf eine eigenwillige Weise bedrohlich. Wo will der hin? Fragte Henri sich und ihm fielen wieder die Worte ein: Sie stellen die falschen Fragen. Er zögerte einen Moment, ob er am Meer folgen sollte, und beschloss, dass auch für einen suspendierten ein Tag einmal zu Ende war. Als Henri vor Ans Haus in der Erftstraße stand, zögerte er einen Moment, ob er klingeln sollte. Er wollte sie nicht wecken, denn er wollte nicht reden, diskutieren, sondern einfach nur in ihrer Nähe sein. Die alte Frau Köhler lag im Fenster. Seit er mit Anne verkehrte, kannte er auch sie, die Tag ein, Tag aus die Straße observierte. Damals, als Anne verdächtig war, hatte sie ihm einige dienliche Hinweise gegeben. Zu seinem Glück mochte sie Henri und sagte jetzt freundlich, Sie ist zu Hause. Zumindest habe ich Anne nicht weggehen sehen. Wenn ich nur wüsste, ob sie mich sehen will, spielte Henri den unsicheren Liebhaber. Ach, kommen Sie. Wer kann Ihnen schon widerstehen? Und Anne ist schließlich ein leckeres Mädchen. Haben Sie Fußball geguckt? Nee. Ich suche mal wieder einen Mörder. Wenn Sie das so gut machen, wie unsere Jungs spielen, ist ja alles bestens. Henri schloss die Haustür auf fuhr mit dem Aufzug nach oben und stellte erleichtert fest, dass Anne den Schlüssel nicht innen hatte stecken lassen. Er schlich durch die dunkle Wohnung, die Treppen hinunter und hinauf, bis er bei ihr im Turm angekommen war. Der Mond schien durch das offene Dachfenster. Sie ist unwirklich, dachte Henri. In diesem Moment spürte er mit aller Intensität, dass er Anne liebte und sie brauchte, gerade weil sie völlig anders war als er selbst, und weil mit ihrem Blick auf seine Welt etwas wunderbar Neues entstanden war. Sie hatte ihn herausgeschält aus seinem routinierten Alltag, von dem Henri angenommen hatte, dass er immer so weitergehen müsse. Er hatte damals so etwas wie Angst gespürt, sein vertrautes Leben zu verlassen, um mit ihr zu leben. Denn Anstahl war so unvorhersehbar wie das Wetter der nächsten Woche. Das hat nichts mit Unvorhersehbarkeit zu tun, sondern mit Lebendigkeit hatte Henriette ihn belehrt. Und wenn sie mich dann nach drei Jahren verlässt, hatte er gekontert, dann hast du drei tolle Jahre gehabt, und dann kommt was anderes, und vielleicht sind es ja auch dreißig tolle Jahre. Henriette kannte kein Mitleid, auch nicht mit ihrer eigenen Tochter Lisa, die Henri verlassen hatte. Ja, Henriette hatte recht, er fühlte sich lebendig, wieder ganz als Mann mit einer Partnerin, die in jeder Hinsicht auf Augenhöhe war. Henri glitt nackt unter das Seidentuch, legte der Aufwachenden an einen Finger auf den Mund, schloss sie in seine Arme und schlief augenblicklich ein. Donnerstag, 22. Juni Der frühe Vogel fängt den Wurm. Guten Morgen, Schätzchen, Lars Ohlhofen hier. Guten Morgen, sagte Sophia abwartend. Ihr Kopf schmerzte, und sie trank einen Schluck aus dem Wasserglas, das vor ihr auf dem Schreibtisch stand. Gestern Abend, nach dem Gespräch mit der Gräfin, hatte sie ihrer Sehnsucht nach Betäubung erleichtert nachgegeben und sich durch die Martini, Campari, Pernod und Whiskyflaschen getrunken, die Holger Edlers Frau ihr so zuvorkommend hingestellt hatte. Sechs Tage hatte sie ihnen widerstanden. Immerhin, dachte sie. Lächerlich, antwortete ihre Stimme im Innern. Dein Bruder hat gesagt, du brauchst ein wenig Hilfe, und ich bin schon aktiv geworden. Der liebe Bernd Albrecht dealt gerade mit mir um einen Zugang zu den Disziplinarverfahren des LKA Hessen und des BKA. Sophia atmete flach und wartete darauf, dass Lars Ohlhofen weitersprach. Er hat heute Morgen schon eine Mail geschickt, dass der Deal läuft. Ich werde ihm natürlich einen Filter vor die Nase knallen, der sich gewaschen hat. Was heißt das? fragte Sophia unsicher. Dein Bruder hat gesagt, der Typ darf nur unwichtige Einträge sehen. Das heißt, Bernd Albrecht wird zu so ein paar Daten Zugang bekommen, so dass es eine Weile dauert, bis er darauf kommt, dass er nicht alles sehen kann. Bis dahin, denke ich, habe ich seinen PC geknackt und kann dir mehr sagen. Wie willst du das schaffen? Schallend drang Lars Lachen durch den Hörer. Er hustete und sagte heiser. Schätzchen, lass mich mal machen. Bisher gab es keinen Computer, den ich nicht geknackt hätte. Und Bernd Albrechts willig. Der Typ hat echt coole Datenbanken und unter anderem Zugang zu allen Kreditkartensystemen. Das heißt, er kann sofort herausfinden, wer, wo und wann mit welcher Kreditkarte was gekauft hat? Bingo. Und zwar in Sekundenschnelle. Ich sag dir was. Der Typ ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Ich sorge dafür, dass er erpressbar wird und du hältst ihn mir warm. Haben wir einen Deal? Haben wir. Und viele Grüße an Gregoris. Mach ich, Schätzchen. Du hörst von mir. Es klickte in der Leitung. Normalerweise mochte Sophia es nicht, wenn andere sich dieses Spitznamens bedienten, den ihre Brüder ihr gegeben hatten, aber Ausnahmen waren manchmal nötig, auch wenn ihr der Typ schmierig vorkam. Er galt in Frankfurt als einer der besten PC-Knacker und versäumte selten, das Publik zu machen. Bernd Albrecht hingegen tat das nicht, dachte Sophia. Entweder weil er nicht so gut war oder weil er viel besser war und gar nicht wollte, dass es an die große Glocke gehängt wurde. Es klopfte, und der pomadisierte Polizeipräsident trat ein. Guten Morgen. Gibt es etwas Neues? Mechanisch schob sie ein scharfes Pfefferminzbonbon in den Mund, aus Sorge, sie würde noch nach Alkohol riechen. Nach der Teambesprechung, Holger, ich habe gestern das Künstlerhaus auseinandernehmen lassen und warte auf die Ergebnisse der Spurensicherung. Dass das Haus vor der Untersuchung zweimal gründlich gereinigt worden war, unterschlug sie geflissentlich. Wunderbar. Wie benimmt sich unser guter Laval im Vorruhestand? Wie erwartet. Er kann die Finger nicht davon lassen. Ich sagte Ihnen doch, der kennt nur die Loyalität einem Verbrechen gegenüber. Sorgen Sie dafür, dass wir bald einen Grund haben, ihn loszuwerden. Er zögerte einen Moment und sprach leise weiter. Ich gehe davon aus, dass Sie sich nach der gemeinsamen Nacht ein paar blaue Flecke von einem Arzt haben bestätigen lassen. Sophia versuchte wissend zu lächeln. Holger Edler trommelte mit seiner beringten Hand auf ihren Schreibtisch und ging, nicht ohne eine Wolke seines intensiven Rasierwassers in ihrem Büro zurückzulassen. Sie riss die Fenster auf, lehnte sich hinaus in die laue Sommerluft und grübelte, wie sie weiter vorgehen sollte. Dass Laval ihr auf die Schliche gekommen war und die Gräfin davon wusste, warf sie in ihren Bemühungen weit zurück. Ich brauche mehr Beweise, dass dieser Superkommissar Informationen unterschlägt, dachte sie und wählte die Telefonnummer, die sie zu dem Piktogramm des Zeitungsmännchens in Henris Notizbuch gefunden hatte. Tages und Nachtkurier, Ressort Köhklatsch, mein Name ist Peter Bauer. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Herr Bauer. Ich würde gern mit. Ach, wie war noch der Name? Ich habe es mir so krakelig aufgeschrieben. Sophia wartete gespannt. Mit wem spreche ich, wenn ich fragen darf? Sophia Minokuglu. Ich bin die Vorgesetzte von Kommissar Henri Laval. Gut, dann wollen Sie sicher mit Joyce Darlington sprechen, unserer Chefredakteurin. Ja, genau, Joyce Darlington. Die ist im Osten unterwegs, in Russland und will heute Nachmittag zurück sein. Sophia zögerte. Sie durfte diesen Peter Bauer nicht misstrauisch machen. Zugleich staunte sie, mit welchen Mitteln Laval arbeitete. Ich hoffe, Joyce bringt gute Neuigkeiten für uns mit, riet sie ins Blaue hinein. Sie sagte so etwas ja. Zumindest hat sie uns per SMS eine Nachtschicht für heute angekündigt. Und das macht Joyce nur, wenn sie einen Knaller im Gepäck hat. Wunderbar. Ich freue mich schon darauf. Wann landet sie? Ich könnte sie abholen. Das macht Laval schon. Einen schönen Tag, Herr Bauer. Seit fast einer Stunde saß sie regungslos in ihrem Büro, trank vorsichtig in kleinen Schlucken und spülte jedes Mal mit Pfefferminzöl nach. Die Angst, Laval nicht klein zu kriegen, gab den Teufeln in ihrem Kopf Nahrung. Ich darf nicht scheitern, halte es in Sophias Kopf. Sophia verschloss die kleine Wodkaflasche in ihrem Schreibtisch, ging in den Waschraum, ließ Wasser über ihre Pulsadern laufen, machte ein paar Papierhandtücher nass und legte sie sich in den Nacken. Wenn ich Lavals Posten nicht ergattere, ist es vorbei, dachte sie und schmeckte die Bitterkeit, die die Worte auf ihrer Zunge hinterließen. Sie knüllte die Papierhandtücher zusammen und warf sie gegen die Spiegel. Er ist einfach schneller, besser, brillanter. Ich werde seinen Posten nie bekommen, dachte sie. Wieso schickt er einfach jemanden nach Russland? Und was ist das für eine Frau, die es ihm zuliebe tut? Sie starrte sich widerwillig im Spiegel an. Endlich kam ihr eine Idee. Sophia lief zurück in ihr Büro. Flugsicherung Düsseldorf Sophia Minokuglu, Kripo Düsseldorf, können Sie mir sagen, wann heute Maschinen aus Moskau landen? Ein Moment. Jetzt gleich um neun Uhr zehn und dann erst wieder um sechzehn Uhr Sophia bedankte sich und schnippte mit den Fingern. Sie würde ihm einfach zuvorkommen. Wieder nahm sie die kleine Flasche aus dem Schreibtisch, trank einen großen Schluck und begab sich zum Konferenzraum, wo Annette, Zorro, Bernd und Zack schon auf sie warteten. Die Gräfin hatte alle informiert, dass Sophia jetzt auf dem gleichen Stand der Ermittlungen war. Die Besprechung war von der matten Freundlichkeit unter Feinden getragen, die einen temporären Waffenstillstand vereinbart haben. Zorro und Bernd konnten sich nicht erklären, warum Sophia umgeschwenkt hatte. Zorro, wann können wir mit Ergebnissen rechnen? Morgen. Aber machen Sie sich keine Hoffnung. Die Hütte war so gründlich gesäubert, ich hätte es nicht besser machen können. Ergo, die Ergebnisse, die vielleicht hier und da ein Stück Eierschale, ein Haar, eine Fluse zeigen werden, können uns nicht zum Täter führen. Wir haben keine Spritzen, kein Insulin, kein Kalium gefunden. Nicht einmal einen Krümel Schokoladenkuchen. Nichts für ungut, Sophia. Damit ist meine Abteilung erst einmal raus. Bernd, konnten Sie Susa Bertini ausfindig machen? Er bog seinen Rücken gerade, legte den Stift an die Seite und antwortete, nein, der Zirkus Bertini ist gestern in Dortmund angekommen. Herr Bertini versicherte mir, dass seine Tochter Susa von Paris aus in ihr Winterquartier nach Neapel gereist sei, um sich zu erholen. Im Rollstuhl? Das meistern viele andere auch. Außerdem kann ja sein, dass die Füße schon vom Gips befreit sind, wandte Bernd vorsichtig ein. Okay, lassen wir das. Ist Susanna bei denen? Auch nicht. Er hat mir die Liste der polizeilich genehmigten und zuletzt in Essen überprüften Mitreisenden durchgefaxt. Keine Susanna, antwortete Bernd und dachte im Stillen. Glauben tue ich das allerdings nicht. Und bei Henri hätte ich diesen Einwand ausgesprochen oder gar nicht machen müssen. Sophia wehrte sich gegen die Einsicht, dass sie sich selbst das Leben schwer gemacht hatte, weil sie dem Irrtum erlegen war, auf zwei versierte Ermittler verzichten zu können. Alex und Henri. Was ist mit dem Taxifahrer? Bernd brachte Sophia und das Team auf den aktuellen Stand, den er schon am Vorabend Henri mitgeteilt hatte. Gut, beendete Sophia die Sitzung. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich fahre beim Apollo vorbei und frage Walter nach diesem Taxifahrer. Wir müssen abwarten, was Zorro findet und ob uns die verschwundene staatenlose Artistin ins Fahndungsnetz geht. Zack, Annette, Bernd und Zorro tauschten wissende Blicke. Sophia war überhaupt nicht in der Lage, ein Team zu führen. Mal verteilte sie Aufgaben, mal nicht. Darüber hatten sie heute Morgen schon miteinander gesprochen. Bevor Zack mit den anderen den Konferenzraum verließ, legte sie Sophia eine Mappe auf den Tisch. Was ist das? Die aktuellen Fakten, gesammelt und so sortiert, dass der liebe Polizeipräsident sie gut verdauen kann. Des Weiteren die von Ihnen gewünschten Listen der Mitarbeiter und womit sie ihre Zeit verbringen. Sophia lächelte, öffnete die Mappe und sagte, das hatte ich in dem Stress total vergessen. Ich nicht, antwortete Zack und ging. Sophia nahm die Mappe, lief eine Etage höher und fragte Frau Edlers junge Sekretärin Ist er zu sprechen? Einen Moment bitte. Die junge Frau drückte auf den grünen Knopf. Herr Edler, Frau Minokuglu für Sie. Kurz darauf wurde die Bürotür aufgerissen und der Polizeipräsident kam im Staccato Schritt auf sie zu. Sophia, meine Liebe, kommen Sie. Ein Schluck Champagner? Ich habe etwas zu feiern. Nein, lieber nicht. Ich wollte Ihnen nur die aktuellen Fakten bringen. Die Bürotür schloss die Sekretärin mit samt ihrem lieblichen duft aus. Wunderbar. Ich muss zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand sein, für den Fall, dass der Innenminister oder der Bürgermeister mich anrufen. Zeigen Sie her. Er riss ihr die Mappe aus der Hand, wodurch die Papiere durcheinander gerieten. Kein Problem, das kann ich auch später lesen. So, und jetzt trinken Sie. So einen Tropfen bekommt man nicht alle Tage. Mit Schwung zog er die Champagnerflasche aus dem Kühler und füllte zwei Gläser. Sie setzten sich auf die schwarzen Ledersessel. Ich will Ihnen sagen, warum es mir heute so gut geht. Der Innenminister hat vor fünf Minuten angerufen. Er nippte geziert an seinem Glas und prostete Sophia zu. Nun trinken Sie schon. Holger Edler wartete, bis Sophia gehorsam einen Schluck genommen hatte. Na also. Nun, der Innenminister hat gesagt, sobald ich gezeigt habe, dass ich den Saustall hier in den Griff bekomme, steht meinem Sprung ins Ministerium nichts mehr im Weg. Aha. Sophia stellte ihren Champagner auf den kleinen Glastisch, was der Präsident jedoch nicht duldete. Er drückte ihr das Glas wieder in die Hand. Wir verstehen uns doch, was damit gemeint ist, oder? Sicher. Sehr gut. Dann runter mit der Brause und ran an die Arbeit. Als Sophia wieder auf ihrem Flur ankam, belauschte sie Bernd durch die angelehnte Bürotür. Er telefonierte. Sophia lächelte zufrieden, als sie hörte, Hi, Lars, meine Datenbank ist gleich freigeschaltet für dich. Sie rieb sich die Hände und wollte gerade weitergehen, als Bernd sagte, Du bist ein komischer Kumpel. Glaubst du wirklich, ich habe nicht gemerkt, dass du einen Filter gesetzt hast? Lars schien einen Moment zu zögern. Was ist jetzt? Willst du oder willst du nicht? Drängte Bernd. In diesem Moment trat Zack auf den Flur. Schnell ging Sophia weiter, denn sie wollte auf gar keinen Fall beim Lauschen beobachtet werden. Bernd war ein freier Zugang zu den Disziplinarverfahren genauso wichtig wie Lars das Kreditkartensystem des Düsseldorfer Hackers. Nicht, dass ich deinen Filter nicht knacken könnte, ich habe nur nicht die Zeit dafür. Also? setzte Bernd nach. Durch die Telefonleitung hörte er Lars Ohlhofen auf der Tastatur herumhämmern. Gregoris hat mir keinen Grund genannt, warum ich die Dizis-Datenbank mit einem Filter versehen soll, dachte er und schaltete alles frei. Hast du es auf dem Bildschirm? wollte er wissen. Yep, sagte Bernd vergnügt. Here we go. Wunderbar. Und komm bloß nicht auf die schräge Idee, bei mir herumzufummeln. Ich sehe genau, wohin du gehst. Falls du Unsinn machst, ist der Zugang schneller weg, als du deine IP-Adresse wechseln kannst. Keine Sorge. Ich habe den Eindruck, wir haben eine fruchtbare Zusammenarbeit vor uns. Kurze Zeit später war ein Schrei aus Berns Büro zu hören. Zack lief zu ihm und erkundigte sich besorgt. Alles in Ordnung bei dir, mein Junge? Bernd sprang auf, nahm Zack in den Arm und wirbelte sie herum. Wo ist Henri? Weiß ich nicht, am besten du rufst ihn auf dem Handy an. Am liebsten wäre Bernd sofort losgestürmt, aber er musste zunächst alle seine Daten, die er auf DVDs gebrannt hatte, im Computer löschen denn er war davon überzeugt, dass er in diesem Ohlhofen zwar keinen Meister, aber mit Sicherheit einen Sparringspartner gefunden hatte. Er beließ nur das Kreditkartensystem auf seinem Computer und legte verschiedene Schlingen aus, um herauszufinden, ob Lars Ohlhofen von seinem erlaubten Weg abkam. Henri wurde wach, weil ihm der herbe Geruch von schwarzem Kaffee in die Nase stieg. Als er seine Augen langsam öffnete, sah er eine Tropfnasse an, die ihm eine Tasse hinhielt. Guten Morgen Kommissar. Willst du heute denn gar nicht ermitteln? Er erreichte langsam die aufrechte Position, blinzelte in die Sonne, die mit dem Vogelgezwitscher des Hinterhofs in das Turmzimmer drang und nahm an die heiße Tasse aus der Hand. Doch. Ich will zu diesem Doktor Himmel und werde einfach so tun, als ob ich seinen Sperrmüll beschlagnahmt hätte. Er erklärte an, was gestern vorgefallen war. Und wenn Bernd etwas darüber herausfindet, wo welcher Zirkus in der Gegend ist, werde ich auch diese Susanna finden. Sie muß mit einem Zirkus reisen. Als Staatenlose ohne Papiere und zur Fahndung ausgeschrieben, hat sie keine andere Wahl. Er schloss die Augen, gähnte herzhaft, und als er sie wieder aufschlug, sagte er Könntest du dich bitte anders hinsetzen? Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Ann zog nachlässig das Seidentuch, unter dem sie im Sommer schlief, über ihre Beine. Hast du keine Idee, wovor Susanna Angst haben könnte? Nein. Außer natürlich, dass sie genau wie Antonio oder Olga ermordet wird. Falls Olga wirklich ermordet wurde. In dem Fall müsste Susanna wissen, wer der Täter ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es uns nicht sagen würde. Henri fuhr sich mit der Hand durch die vom Schweiß verklebten Haare. Das Thermometer hatte die 30-Grad-Marke schon in den frühen Morgenstunden überwunden. Was macht dein Polenprojekt? An lachte rau. Willst du das wirklich wissen, kluger Ermittler? »Ein paar Zahlen, ein paar Trends, der wachsende Ostmarkt, Animositäten jahrhundertealter Grenzstreitigkeiten.« Trotz der sachlichen Aufzählung sickerte eine subtile Erotik zwischen ihren Worten hervor, von der Henri oft dachte, dass das ihre Verhandlungspartner wahnsinnig machen musste. »Lieber würde ich wissen, wie es mit uns beiden weitergeht.« Er trank seinen Kaffee und behielt Ann über den Tassenrand hinweg im Auge. Dass sie Zeit brauchte, warnte ihn vor, denn selten musste sie nach Worten suchen. Sein Magen zog sich zusammen. »Ich will kein Familienleben. Kein gemeinsames Frühstück, keine Ausflüge oder Fernsehabende. Was ist daran so schlimm, dass du es nicht einmal versuchst?« anseufzte und wickelte die Seitendecke ganz um sich herum. »Wäre das in meiner Lebensidee vorgesehen gewesen, hätte ich einen dieser reichen Jungs vom Internat geehrt. Dann hätte ich das Paket wenigstens mit Kindermädchen und Haushälterin haben können, sagte An trocken. Meine Töchter brauchen keine Putzfrau oder sonstiges Personal, sondern ihr Recht auf eine faire Chance. Er streckte die Hand nach ihrer aus, die sie ihm entzog. Merkst du nicht, wie wunderbar Alberta und Christa dich finden, weil du genau so bist, wie du bist? Du brauchst mir nicht zu schmeicheln, das zieht nicht. An, sagte Henri eindringlich. Nur weil du eigene Kinder grundsätzlich ablehnst, bedeutet das nicht, dass es umgekehrt genauso ist. Vielleicht solltest du lernen, mit ihren Sympathien zu leben. Aus der Wohnküche unter dem Turmzimmer war der Klingelton von Ann's Telefon zu hören. Willst du nicht rangehen? Sie zögerte und sagte anstelle einer Antwort. Ich muss heute Nachmittag wieder nach Berlin. Du haust ab? Nein, ich bin morgen wieder da, versprochen. Keine Rückzugsgefechte? An verließ kommentarlos das Bett, nahm seine Tasse und ging nach unten. Henri hörte den Föhn und wusste, dass sie innerhalb weniger Minuten perfekt gestylt und ganz Miss Business ihren Laptop aufklappen, E-Mails abrufen und die ersten von unzähligen Telefonaten mit ihren Mitarbeitern führen würde. Henri rief zu Hause an, um herauszufinden, ob Christa und Alberta pünktlich zur Schule gekommen waren, und folgte an, dann in die untere Etage. Kann ich dich zum Flughafen fahren? Gern. Mein Flieger geht um 16:50 Uhr. Henri gönnte sich eine ausgiebige Dusche. Während er die Annehmlichkeiten von Ans perfektem Badezimmer genoss, dachte er nicht zum ersten Mal, dass eigens für Menschen wie An der Begriff besser verdienend erfunden worden war. Als er angezogen war, erwischte er An zwischen zwei Telefonkonferenzen. Ich laufe rüber zum Apollo, vielleicht ist Walter schon da. Viel Glück und bis heute Nachmittag. Wieder klingelte ihr Telefon und mit einem entschuldigenden Schulterzucken nahm sie ab. Sophia krallte ihre zitternden Hände ins Lenkrad. Der Schmerz des heißen Leders auf der Innenfläche lenkte sie ab. Ich darf jetzt nicht aufgeben, wiederholte sie wie ein Mantra. Die Teufel in ihrem Kopf lachten höhnisch. Du hast aufgegeben. Du hast aufgegeben. Du hast verloren. Du hast verloren. Die Schlange war erwacht. Räkelte sich in ihren Eingeweiden, und es war nur eine Frage von Stunden, wann sie ihren unersättlichen Hunger stillen würde. Sophia kämpfte, obwohl sie wusste, wie sinnlos das war. Sie würde sich heute ins Koma saufen, und irgendetwas in ihr freute sich darauf. Es war wie nach Hause kommen, endlich wieder die Kontrolle abgeben. Sie schrak zusammen, als Zack von außen ans Autofenster klopfte. Ist Ihnen nicht gut? Was wollen Sie? fragte Sophia Harscher zurück, als sie gewollt hatte. Wissen, wohin Sie fahren? Ich dachte, die Regel gilt für alle. Damit Sie Ihrem geliebten Laval alles brühwarm berichten? Für wie dumm halten Sie mich? Die Dolmetscher sind übrigens mit ihrer Arbeit fertig. Und? Keine Ergebnisse. Dafür haben sie eine Rechnung dagelassen, die unser gesamtes Budget für externe Aufbraucht. Sophia startete den Wagen, schaltete und fuhr mit quietschenden Reifen vom Parkplatz des Polizeipräsidiums. Zack blickte ihr ratlos nach und versuchte zu ergründen, was vorgefallen war. Walter saß an seinem Stammplatz, Reihe 4, Tisch 2, im dunklen Parkett. Durch die schweren Bühnenvorhänge drang etwas Licht in das Theater. Maurice hatte Laval verraten, wo sein Freund, von dem er nicht mehr sicher war, ob er noch sein Freund sein wollte, zu finden war. Können wir reden? Eröffnete Henri vorsichtig das Gespräch. Müssen wir ja wohl, sagte Walter und lächelte ihn an. Scheiße, Mann! Ich habe Dienstagabend von Zorro erfahren, dass du mir ein Alibi gegeben hast. Er hat sich im volltrunkenen Zustand verplappert. Wieso hast du das getan? Henri stellte die obligatorischen Milchkaffees auf den Tisch, setzte sich und zündete eine Zigarette an. Ehrlich gesagt, habe ich mich das gar nicht gefragt. Wahrscheinlich wollte ich einfach nicht, dass du damit zu tun hast. Und dann? dachte ich, dass du, wenn du es warst, schon einen guten Grund haben würdest. Und? Den wollte ich herausfinden. Traust du mir wirklich einen Mord zu? In meinem Beruf, Walter, lernt man schnell jedem Menschen, einen Mord zuzutrauen. Diese Einstellung vermeidet viele Fehler. Und jetzt? Hat Ann mir erklärt, dass du vielleicht einen Mord begehen und darauf bauen würdest, dass ich es verstehe. Aber? Sie hat auch gesagt, dass du nicht unsere Freundschaft aufs Spiel setzen würdest, um ein sauberes Alibi zu bekommen, was mich meinen heißgeliebten Job kosten könnte. Kluge Frau deine an. Walter lächelte anerkennend und zwirbelte seinen Bart. Könnten wir jetzt noch einmal von vorn anfangen? bat Henri und fuhr sich durchs Haar. Er schwitzte, dieser Sommer war einfach zu heiß. Walter nickte unmerklich, rührte den Zucker in den weißen Schaum, stippte den Keks hinein und schaute Henri abwartend an. Am Freitagabend, als du mit meinen Töchtern in der Pause verschwunden bist, wohin bist du gegangen? Henri erklärte ihm, dass die Hockeyspielenden Jungs behaupteten, sie hätten ihn vor der Pause im Restauranteil auf dem Weg zu den Garderoben gesehen. Ich war nicht oben. Ich weiß nicht, wen die gesehen haben. Mich jedenfalls nicht. Keiner sonst im Personal ist so groß wie du. Dann muss es sein Gast gewesen sein, rätselte Henri. Ach, verdammt! Wenn ich nur endlich ein Motiv hätte. Morgen Abend oder Samstag reisen die Artisten ab und mit ihnen vielleicht der Mörder. Wütend drückte er seine Zigarette in den Aschenbecher. Und wo warst du? Kurz bei Olga und André. Die zwei hatten mal wieder Streit, das weißt du ja schon. Als du in Nunez Büro gegangen bist, hast du wirklich nichts hingelegt oder weggenommen? Walter zögerte einen Moment. Doch! Putjans Räucherkerzen lagen auf dem Boden neben dem Notfallset. Antonio hatte sie an dem Tag von ihm bekommen. Er mochte den Geruch so gern. Henri sprang auf und ging vor dem Tisch auf und ab. Das war dieser diffuse Geruch, den ich später auch in Putjans Garderobe gerochen habe. Genau. Und als du ein schlechtes Gewissen bekamst, hast du mir Putian als Hauptverdächtigen vorgeschlagen? So in etwa. Henri setzte sich wieder. Der Taxifahrer. Jannes Mühlensiepen. Wir gehen davon aus, dass er Olga am Freitagabend nach ihrem Auftritt hier abgeholt hat. Und Olga und André am Sonntagmorgen zum Hauptbahnhof gefahren hat. Ich kenne ihn. Antonio hat ihn besorgt. Der fuhr schwarz, war sein eigenes Taxi und machte es billiger. Hab ihn auch manchmal benutzt. Jetzt ist er tot. Irgendwer muss ihn vom Hauptbahnhof nach Neuss dirigiert haben. Auf seinem Handy war aber kein Anruf in dieser Zeit gespeichert. Welche Verbindung gibt es zwischen ihm und den Artisten? Könnte André ihn nach Neuss geschickt haben? Und zu wem? Walter leerte seinen Kaffee, blickte hoch, weil eine Seitentür sich öffnete, und erkannte Sophia. Sag mal, Laval, warum machst du es mir so lächerlich leicht, dich komplett aus deinem Job zu kicken? Henri stöhnte innerlich und erkannte mit einem Blick den glasigen Glanz in ihren Augen. Er hatte also recht behalten. Sie trank. Ich glaube nicht, dass sie mir einen Strick daraus drehen können, dass ich in meiner zwangsverordneten Freizeit meinen Freund aufsuche. Wenn du mit einem kriminellen Ermittlungsergebnisse diskutierst, geht mich das durchaus etwas an. Er studierte ihr gerötetes Gesicht. Sie schwitzte stark, aber da war noch etwas anderes. Ihm schien es, als klammere sich Sophia an ein Seil, das sie aufrecht hielt. Zugleich wirkte sie wie ein Bogen, zum Zerreißen gespannt. Walter stand auf. Bleiben Sie, wo Sie sind, befahl Sophia. Also, was ist mit diesem Taxifahrer? Walter wiederholte ihr geduldig, was er Henri vorher gesagt hatte. »Und das soll ich Ihnen glauben?« »Ganz wie Sie möchten, Madame. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich jetzt gern der Arbeit nachgehen, für die ich als Krimineller hier bezahlt werde.« Henri stand ebenfalls auf und bat. »Einen Moment, Walter. Wie hieß die Eventagentur, die den Auftritt von Susa Bertine organisiert hat?« »Kai 33, hinten im Hafen.« »Und die Fluggesellschaft?« »Air Adventure.« die haben ihr Büro am Flughafen. Henri tat so, als würde er sich die Informationen in sein Notizbuch schreiben. Wir fahren zusammen hin, sagte Sophia. Ich bin suspendiert und nicht berechtigt zu ermitteln. Warum schreibst du es dann auf? Um eine Sammlung von Spuren zu dokumentieren, die sie nicht verfolgt haben. Einen schönen Tag, Sophia Minokuglu. Henri ging an ihr vorbei, lief zur Bühne hoch, dahinter die Treppe hinunter und wartete einen Moment, ob sie ihm folgen würde oder ob sie den Köder geschluckt hatte. Kaum saß Sophia an ihrem Auto und dass sie im Schatten der Rheinkniebrücke geparkt hatte, rief sie Zack an und bat um die Adressen der Eventagentur und der Fluggesellschaft. Während sie wartete, dachte sie: Wir sehen uns sowieso gleich am Flughafen, lieber Henri. Sie musste Laval bloßstellen, bevor Bernd etwas über sie finden würde und das im Team die Runde gemacht hatte. Walter kam durch den anderen Bühneneingang. Sie ist weg. Mann, schiebt die einen Hass auf dich. Ich habe allmählich den Eindruck, sie hasst sich selbst am meisten. Das ist viel schlimmer und gefährlicher. Sag mal, meinst du es hat Sinn, die Artisten nach dem Taxifahrer zu fragen? Kann ich für dich machen, wenn die heute Nachmittag kommen. Henri verstand, dass dies ein Vertrauensbeweis war, den Walter von ihm forderte und auch verdient hatte. Bitte dann gehe ich jetzt noch einmal zu diesem Doktor Himmel. Wir telefonieren. Kaum war Henri draußen, klingelte sein Handy. Bernd, ich habe etwas Wunderbares für dich. Lieber nicht am Telefon. Wann und wo können wir uns sehen? So um vier am Flughafen. Ich bringe an hin und hole Joyce ab, die übrigens auch Neuigkeiten hat. Klingt nach einem spannenden Nachmittag, Bernd. Finde bitte heraus, was du über ein Projekt namens Fahrendes Volk für Fahrendes Volk in Erfahrung bringen kannst. Nunez hat dafür von der weiblichen Düsseldorfer Schickeria erhebliche Spendengelder kassiert. Mach ich. Hast du die Summen? Dann könnte ich es mit seinem Konto abgleichen. Henri lächelte. Sein Team war gut geschult. Zweimal zehn, einmal zwanzig, viermal fünf, sagte er und schob eine Frage hinterher. Was Neues zu Himmelskonten? Nein. Leider fehlt mir hier ein ähnliches Programm wie bei den Kreditkarten. Und diese Bank ist ziemlich auf dem neuesten Stand, was die Datensicherheit angeht. Schaffst du es trotzdem? Musst du mich das fragen? Bernd lachte. Nein. Bis später. Henri atmete einen Moment die flirrende Hitze ein, die über der Rheinuferpromenade stand, und ging langsam unter den Platanen Richtung Altstadt. Er spürte Erleichterung darüber, dass er und Walter einen neuen Weg gefunden hatten. Dann dachte er an seine Freundin. Die ausweglose Situation machte ihn wütend, aber so war das nun einmal mit Kindern. Sie ließen ihm keine Wahl und hatten jedes Recht zu fordern, bei ihm zu wohnen. Er gestand sich ein, dass er sogar überzeugt war, dass sie unter seiner und Henriettes Obhut lebensfähiger werden würden und glücklicher. Aber an, was, wenn sie seinen Töchtern weiterhin aus dem Weg ging? Sein Handy vibrierte in der Tasche. Hallo, Henriette, was gibt es? Wollte mal so hören. Sie hatte einen untrüglichen Instinkt für den richtigen Moment. Er erzählte ihr von seinem Zusammenstoß mit Ann und ihren Bedenken zum Thema Familienleben. Anstatt Mitleid bekam er zu hören Wenn du eine Frau willst, die haltlos dem Familienleben zugetan ist, hättest du bei Lisa bleiben sollen auch eine Ann Stahl muß mal kompromisse machen antwortete henri ärgerlich und kickte eine bierdose vor sich her der aufgewirbelte staub legte sich auf seine schuhe er hörte henriette seufzen und sah im geiste ihren nachsichtigen gesichtsausdruck vor sich frauen wie lisa bewegen sich innerhalb bestimmter grenzen an setzt grenzen und zwar ihre eigenen Du hast von Anfang an gewusst, dass diese Dame kein Kinderteller ist. Also tu jetzt nicht so erstaunt, dass sie sich nicht riesig freut, Christa und Alberta Frühstück zu machen. Dann eben nicht. Henri versetzte der Bierdose einen so massiven Tritt, dass sie über die Mauer flog. Er zuckte zusammen, als von der unteren Promenade jemand brüllte. Ey, du Arsch da oben. Eilig ging er weiter. Du brauchst keine Zweitmutter. Schließlich hast du ja mich, und ich mache es obendrein gern. Du kannst nicht erwarten, dass Anne einspringt, wenn du plötzlich noch irgendwelche Abendtermine reinbekommst. Frag sie besser nie danach. Schon gut, brummte Henri. Seine Schwiegermutter hatte ja recht. Er wollte keine Supermutter, die nur noch das Thema Kinder kannte, sondern eine intelligente Frau, die ihm auch mal die Stirn bot. Eine Frau, die ihm genau zuhörte und auch am nächsten Morgen noch exakt wusste, was er gesagt hatte. Und was er manchmal auf seine französischen Gene schob, eine Frau, die zu genießen wusste. Gespräche, Essen, Wein und Liebe machen. Das traf alles auf Anstahl zu, mit dem Haken, dass sie für Kinder einfach nichts übrig hatte. Nimm uns einfach als goldenes Gesamtpaket, holte Henriette ihn aus seinen Gedanken zurück. Wie wäre es mit ein bisschen Strategie? Deine Töchter sind schließlich charmant, und ich bin sicher, Ann hat sie schon ein wenig ins Herz geschlossen, auch wenn sie ihnen keine Pausenbrote schmiert. Ich höre? Es geht um den Umzug dieses Wochenende. Alex ist ja mit seiner Familienkutsche auf Training und auch nicht erreichbar. Du hast kein Auto mehr, weil du vom Dienst befreit bist. Und deshalb soll Christa Ann anrufen, dann kann sie ihr auch gleich für die Fahrradstrategie danken und anbitten, uns einen Leihwagen für Samstag zu besorgen, denn sie hat bei Sixt und Avis besonders günstige Konditionen. Das ist Manipulation. Falsch. Ein kluger Schachzug, mein Lieber. Du hast natürlich überhaupt keine Zeit, an selbst anzurufen. Bon, sagte Henri, würdest du das für mich erledigen? Er hörte die Stoffe rascheln, als sie sagte Mit dem allergrößten Vergnügen. Henri wartete einen Moment, bis er sich an das Dunkel im Annabel gewöhnt hatte. Langsam zeichnete sich der Schatten von Joe Ternis ab, der, als gäbe es in seinem Leben nichts anderes, Gläser polierte. Die Kneipe roch nach kaltem Rauch und verschüttetem Schnaps. Wir haben bis heute Morgen um elf gezaubert, deshalb bin ich ein wenig hinter der Uhr. Hallo, Franzmann. Die Familientrommeln. So ist das. Himmel ist oben, der räumt mächtig um, und es scheint, dass die Zeiten für billige Pillen endgültig vorbei sind. Deshalb auch der Spermel? fragte Henri so nebensächlich wie möglich. Joe beäugte ihn misstrauisch und reagierte nicht. Ich bin dann mal oben. Die Stufen knarrten unter seinem festen Schritt. Im Sprechzimmer fand er Dr. Himmel über den Schreibtisch gebeugt. Ablage? Hallo, Herr Kommissar, auf Urlaub, sagte Andreas Himmel abgewandt. Woher wissen Sie das? Sie kreuzen einfach zu oft ohne Dienstmarke auf. Auch bei Joes Bruder ein Himmelgeist. Ich bin vielleicht ein Pillenschlucker, aber blöd bin ich nicht. Er drehte sich langsam zu Henri um. Dr. Himmel hatte sich ein ordentliches veilchen eingefangen. »Hatten Sie Besuch?« erkundigte sich Henri. Dr. Himmel nahm eine Sonnenbrille aus seiner Hemdtasche und setzte sie auf. »Besser?« »Viel besser«, bestätigte Henri. Ihm fiel ein, dass er vergangene Nacht Amer gesehen hatte, der auf dem Weg in die Innenstadt gewesen war. Ich hätte ihm folgen sollen, dachte er, und bereute seine Sehnsucht nach Ans Nähe. Zugleich fragte er sich, ob Amer so gezielt zuschlagen konnte. Seit wann schlucken Sie dieses Zeug? fragte er. Zu lange. Ich habe ein paar Mal versucht aufzuhören, aber nur halbherzig. Es macht das Leben schön bunt. Nie Schmerzen, immer gut schlafen und, wenn ich es wünsche, gute Laune. Ich konnte nie etwas daran finden, meinen Launen einfach ausgesetzt zu sein. Nebenan klingelte das Telefon. Sie entschuldigen mich? fragte der Arzt, stand auf, ging in den Nebenraum und zog die Milchglastür zu. Henri fragte sich, ob Himmel womöglich eine Abreise vorbereitete, und wenn ja, warum. Er ging auf den Flur und lauschte. Viel verstehen konnte er nicht, nur dass es um Geld ging. Keine Sorge, du bekommst deinen Anteil, war ein Satz, der klar zu ihm durchdrang. Als der Arzt die Glastür aufschob, saß Henri schon wieder auf seinem Platz. Finanzprobleme? Lächerlich, sagte Himmel verächtlich. Die Zeiten habe ich schon lange hinter mir. Ich sagte Ihnen doch, eine kleine Erbschaft. Wir haben Ihren Spermel beschlagnahmt. Interessante Dinge sind dazu Tage befördert worden, pokerte Henri. Tatsächlich? Himmel faltete seine gepflegten Hände vor sich auf dem Schreibtisch. Was denn zum Beispiel? Ihre medizinischen Gerätschaften. Interessant. Und wahrscheinlich haben Sie darauf Blut gefunden. Richtig. So ist das, wenn man operiert. Wieso operiert? hakte Henri nach. Himmel machte eine fast nicht sichtbare Bewegung. Scherben aus Füßen, Lippen oder Fingern. Und weiter? Geben Sie das Blöffen dran, Laval. Sie haben gar nichts. Und wenn doch? Himmel nahm langsam seine Brille ab. Dann kommen Sie mit der Liste wieder und ich erkläre Ihnen in aller Ruhe, was Sie mit den verschiedenen Gerätschaften anstellen können. Wenn ich so in ihr blaues Auge blicke, fällt mir ein, wer hat mich eigentlich so fachgerecht niedergestreckt unten in der Kneipe? Dr. Himmel lächelte höhnisch. Laval, ich bin ein ausgebildeter Arzt mit profunden Anatomiekenntnissen, Pillen hin oder her. Dann geben Sie also zu, dass Sie etwas zu verbergen hatten? Ich gebe gar nichts zu, lieber Laval. Haben Sie sonst noch Fragen? Ich habe nämlich zu tun. Dr. Himmel stand auf und öffnete die Tür zum Flur. Henri trat zu ihm. Kennen Sie Joyce Darlington? Sicher. Wer kennt ihn nicht? Die kommt jetzt gleich aus Moskau zurück und hat Olga von den Cats obduziert. Was so eine Journalistin für ihre Klatschzeitung alles tut. Beachtlich. Natürlich nicht Joyce selbst. Sie hatte einen Rechtsmediziner dabei. Zwei Dinge, Laval. Erstens interessiert mich nicht, wer auch immer an dieser Olga rumschneidet. Zweitens blöffen Sie schon wieder. Bitte. Himmel zog die Tür weiter auf und Henri ging. Als er im grellen Sonnenlicht der Andreasstraße stand, kam ihm der Ausspruch seines Ausbilders wieder in den Sinn. Es gibt selten einen Anlass, die Wahrheit zu sagen und unzählige Gründe für eine Lüge. Dass dieser Himmel log, war ihm klar. Er wusste nur nicht, warum und über was. Henri nahm sich ein Taxi zu Ans Wohnung in der Erftstraße während er aus dem Aufzug in der letzten Etage stieg atmete er tief durch um nicht zu lachen falls Christa bereits angerufen hatte als er die stufen zur wohnküche herunterkam packte an gerade ihren computer ein die tür zur dachterrasse am ende stand noch offen der terrassenboden aus weißem holz glänzte feucht ann hatte ihre unzähligen kräutertöpfe mit wasser versorgt mir ist eingefallen, dass ich ja gar kein Auto habe, um dich zum Flughafen zu fahren, murmelte er, als er sie mit einem Kuss in den Nacken begrüßte. Ist mir auch in den Sinn gekommen, nachdem du weg warst. Besonders weil ich Besuch hatte. Willst du wissen, wer? Sie zog fragend eine Augenbraue in die Höhe. Trinkt wir einen Kaffee zusammen? lenkte Henri vom Thema ab. Am Flughafen. Taxi ist bestellt. Henri erzählte ihr auf dem Weg zum Flughafen seinen gesamten Tag, um an keine Möglichkeit zu einer spitzen Bemerkung zu geben, dass sie Henriettes Strategie durchschaut habe. Mit ihrer Ankunft im Bereich A erneuerte sich gerade der Bildschirm mit den aktuellen Anflugdaten. Joyce's Flug hatte vier Stunden Verspätung. Mist, murmelte Henri. Er versuchte sie auf dem Handy zu erreichen, hörte jedoch nur die Ansage Diese Rufnummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später wieder. Gehen wir rauf zum Abflug", fragte Ann. Henri nickte, nahm sie an der Hand und zog sie hinter sich her. In der Abflughalle saß Bernd direkt am Kaffee vor dem Check-in. Er freute sich ganz offensichtlich, Ann wiederzusehen. "Joyce hat Verspätung", sagte Henri zur Begrüßung und bestellte für sich und Ann Milchkaffee. "Was hast du herausgefunden?" Bernd schien zu platzen, wenn er seine Neuigkeiten nicht sofort loswerden konnte. »Guck mal da hinten«, sagte Ann und stieß Henri mit dem Ellbogen an. Sophia stand in einem Pralinengeschäft und deckte sich großzügig mit Süßwaren ein. »Vielleicht hat sie dich noch nicht gesehen, Bernd. Besser du verschwindest.« Der Computerexperte rutschte von seinem Barhocker und schlenderte mit abgewandtem Gesicht Richtung Airport-Arkaden. Christa war übrigens bei mir«, erzählte Ann. Henri verschluckte sich an seinem Kaffee. Ann lächelte spöttisch, als sie ihm erklärte... Bei mir war die ganze Zeit die Leitung belegt, also hat sie sich gedacht, sie nimmt ihr Fahrrad und klingelt. Henri schielte zu Sophia hinüber, die noch mit Pralinenkauf beschäftigt war, und fragte zögernd. War's nett? Ja, wir haben uns ein wenig beraten. Sie hat sich meine Wohnung angesehen und ein Glas Saft getrunken. Ich habe ihr übrigens meine Kreditkarte gegeben. Du hast was? Damit sie bei Sixt ein Auto mieten kann. Ich hatte keine Zeit, mich darum zu kümmern, und du ja auch nicht. Es wird auf deinen Namen gemietet. Du hast dir doch bitte nicht gesagt, sie soll in deinem Namen unterschreiben? Nein, ich habe ihr vorgeschlagen, mit Mickey Maus zu unterschreiben. Christa wollte mir nicht glauben, dass es nicht auffällt. Wir haben gewettet. Einen Moment war Henri sich überhaupt nicht mehr sicher, ob er an so viel Einfluss auf seine Töchter zugestehen wollte. Super. Meine Tochter fälscht eine Unterschrift, um für ihren Vater im Polizeidienst ein Auto zu mieten. Vom Polizeidienst suspendierter Vater muss es richtig heißen, verbesserte an. Ihre Ironie, lachend und scharf zugleich, löste in Henri stets zwei Wünsche gleichzeitig aus: mit ihr zu streiten und mit ihr zu schlafen. Er wandte lahm ein: Christa hat noch nie in ihrem Leben eine Kreditkarte in Händen gehalten. Das macht ihr nichts. Es hat sie nicht sonderlich beeindruckt. An lächelte maliziös. Laval! Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du an einem Ort auftauchst, an dem du nichts zu suchen hast. Sophia war zu ihnen getreten. Wartest du auf Joyce? Nein, ich warte auf eine Freundin, und ich wüsste nicht, was sie das angeht, Sophia. Ann zog gekonnt eine Augenbraue hoch und wartete. Obwohl die Abflughalle gut klimatisiert war, schwitzte Sophia stark. Ann versuchte den Geruch, der von ihr ausströmte, einzuordnen. Beim Tageskurier hat man mir etwas anderes gesagt, nämlich dass der gute Laval die Chefredakteurin abholen will, dass die Dame zudem einen Knaller im Gepäck hat und beim Tages- und Nachtkurier alles Gewehr bei Fuß steht, um eine Nachtschicht zu machen. Henri überlegte nur eine Sekunde, wie sie auf Joyce gekommen war, dann fiel ihm sein Notizbuch wieder ein. Sie brauchen hier gar nicht die Meisterermittlerin zu spielen. Die Art, wie Sie an die Informationen gekommen sind, ist mehr als fragwürdig. Oh, so pingelig, der gute Kommissar. Henri rollte mit den Augen. Diese Frau war ihm zutiefst zuwider und er wußte, wenn er sich ihrer nicht entledigen konnte, würde er tatsächlich um Versetzung bitten oder den Polizeidienst quittieren müssen. Wie war's bei Kai 33 und Air Adventure? fragte Henri mit einem beißenden Ton in der Stimme. Ich werde den Fall Bertini neu aufrollen. Es geht nicht, daß bis zum Bürgermeister sich keiner zur Verantwortung ziehen lässt. Viel Spaß dabei. Damit setzen Sie Ihrer Art Karriere zu machen ein vorzeitiges Ende. Was soll das heißen? fragte Sophia lauernd, dass Holger Edler Sie sehr schnell abschiebt, wenn Sie es wagen, den Bürgermeister zur Verantwortung zu ziehen. Nein, ich meinte, was du mit meiner Art Karriere zu machen meinst. Gehen wir? fragte Ann und legte warnend ihre Hand auf Henris Arm. Wohin? zischte Sophia. Wir sehen uns gleich unten bei der Ankunft, wenn Sie unbedingt dabei sein wollen. Joyce Darlingtons Flieger hat vier Stunden Verspätung, sagte Henri. Und jetzt würde ich gern meine Freundin im nächstbesten Klo vernaschen. Oder möchten Sie dabei sein, weil Sie auch in puncto Sex ein großes Manko haben? Sophia schnappte nach Luft, drehte sich wütend um und verschwand in den Arkaden, wie Bernd zuvor. Puh! Henri atmete aus. Langsam wird sie lästig. Mir macht sie Angst. Sei bloß vorsichtig, sagte Ann. Sie gingen zum Sicherheitscheck. Ann küsste ihn. Schade, dass für das Vernaschen keine Zeit mehr bleibt. Wann bist du morgen wieder da? Ich schätze am Nachmittag. Ich melde mich, wie immer. Bevor sie ging, hielt Henri sie fest. An. stimmt das mit der Kreditkarte? Oder war das Rache? Lachend antwortete sie, nein. Das war keine Rache. Ich habe Christa sogar erlaubt, falls es ihr gelingen sollte, das Auto zu mieten, dass sie für sich und Alberta mit der Kreditkarte je ein Geschenk für 100 Euro kaufen kann. Klar, sagte Henri. Wahrscheinlich auf der Kö und alles als Mickey Maus. Nein, antwortete Anne ungerührt. Wir haben uns für den Küh-Einkauf auf eine Unterschrift von Donald Duck geeinigt. Dann nahm sie ihre Tasche vom Boden. Henri konnte darüber nicht lachen und hielt sie zurück. So geht das nicht mit Kindern. Christa hat noch nie etwas Unrechtes getan, noch nie ein Auto gemietet. Henri, unterbrach Ann ihn. Es ist okay, dass du solche Strategien fährst, um mir deine Töchter näher zu bringen. Und ja, du hast recht, sie haben eine Chance verdient und können nichts dafür, dass ich nicht viel übrig habe für Kinder. Aber, sie sah ihm fest in die Augen, du musst es schon uns überlassen, wie und auf welche Art wir uns annähern. Können wir uns darauf verständigen? Er hob die Hände, blickte ihr einen Moment nach und rief dann Bernd an. Wo steckst du? Treffen wir uns in Abflug C. Hoffe, hier kommt die Schnarke nicht hin. Henri legte auf und fuhr mit dem Aufzug in die Tiefgarage. Als die Tür sich öffnete, schlug ihm die von Abgasen durchsetzte warme Luft entgegen. Beim Durchqueren versuchte er möglichst wenig davon einzuatmen und nahm auf der anderen Seite den Aufzug, um bei Abflug B wieder aufzutauchen. Anschließend lief Henri durch die Halle zu Abflug C. Sophia folgte ihm nicht. An der Ankunftstafel sah er, dass Joyce weitere vier Stunden Verspätung hatte. Er griff zu seinem Handy und wählte Joyce Nummer in der Redaktion. Tages- und Nachtkurier, Ressort Köklatsch, mein Name ist Peter Bauer. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Bauer. Henri Laval hier. Haben Sie etwas von Joyce gehört? Ich stelle durch. Sekretariat Joyce Darlington mein Name ist Miriam Schmidt. Was kann ich für Sie tun? Henri erklärte kurz, wer er war und warum er anrief. Gut, dass Sie sich melden, Herr Laval. Ich notiere mir gerade Ihre Handynummer. Frau Darlington hat vom Flughafen Moskau aus angerufen, kurz bevor ihr Akku leer war. Wegen der Hitze schmilzt denen die Start- und Landebahn. Die eingecheckten Gäste dürfen aus dem Sicherheitsbereich nicht mehr heraus. Deshalb kann sie sich nicht melden. Es gibt dort kein Telefon. Frau Darlington bat mich, Sie anzurufen. Ich konnte Ihre Handynummer nicht finden. Bei der Polizei wollte man sie mir nicht geben. Schon gut, unterbrach Henri den Wortschwall an Erklärungen und Entschuldigungen. Hat Joyce irgendetwas an mich ausrichten lassen? Ja. Sie sollen unbedingt mit Susanna sprechen, und zwar schnell. Prima, dachte Henri. Ausgerechnet. Davon abgesehen? Nein. Dann brach die Verbindung ab. Sie konnte mir nicht einmal ihre Handynummer geben. Danke und melden sie sich bitte sobald sie etwas von joyce hören während henri sein handy einsteckte winkte ihm bernd hinter einem pfeiler zu warum könnte joyce meinen ich solle unbedingt mit susanna sprechen fragte henri bernd grinste vielleicht weil susanna die gelder hat die antonio nunez im angeblichen auftrag für das projekt fahrendes volk für fahrendes volk einkassiert hat den verein gibt es gar nicht nunez hat es bar auf sein konto in spanien eingezahlt Henri runzelte die Stirn. Und Bar wieder abgehoben. Und Bargeld hat unser Taxifahrer offenbar auch bekommen. Aber von Nunez? Neuigkeit Nummer zwei. Der liebe Zirkus Bertini gastiert für drei Tage in Dortmund. Heute ist der zweite Tag, und ich wette, du findest Susanna dort. Auch wenn die schwören, sie sei nicht dabei. Henri zündete eine Zigarette an und blickte sich um, ob Sophia nicht doch wieder irgendwo auftauchte. Das war wie immer gute Arbeit, Bernd. Danke. Jetzt das Bonbon. Unsere gute Sophia hatte bis vor kurzem ein massives Problem mit Alkohol. Sie hat letztes Jahr eine Entziehungskur mit einer begleitenden Therapie gemacht. Sucht ist eine schlimme Krankheit, versuchte Henri seine Freude über die Schwachstelle seiner vermeintlichen Vorgesetzten zu verbergen. Sicher, sagte Bernd. Jeder verdient die zweite Chance. Hat sie auch bekommen. Als Scharfschützin. Sie war eine der besten. Henri wurde hellhörig. Wieso war? Bernd grinste weiter. Sie hat sogar einige Auszeichnungen erhalten. Bis vor sieben Wochen in den Alpen. Sie hat mit drei Kollegen den Erpressor Silio Pertuga aus Mailand abgeholt. In den Bergen kam es zu einem Unfall, das Auto hat sich mehrfach überschlagen. Sophias Beifahrer und die beiden Kollegen, die hinten bei Pertuga saßen, waren verletzt und ohnmächtig. Warum es zu dem Unfall kam, ist unklar. Sophia behauptete später, der Beifahrer habe sie während der Fahrt sittlich belästigt, deshalb habe sie die Kontrolle verloren. Das ist nicht schön, aber auch nicht schlimm, sagte Henri, der zur Ankunftstafel schaute und keine Neuigkeiten zu dem Moskauflug fand. War es denn möglich, dass keiner in der Wartehalle in Moskau Joyce für einen Moment das Handy lieh? Nein, nur das, was daraus wurde. Die drei Kollegen taten sich zusammen, behaupteten, Sophia sei betrunken gewesen und habe deshalb den Unfall verursacht. Könnte üble Verleumdung sein. Ja, nur dass keiner weiß, wie dieser Silio Pertuga, hübscher Karl übrigens, freikommen konnte und warum Sophia, die im Gegensatz zu ihren Kollegen zu keiner Zeit ohnmächtig war, trotz Scharfschützenausbildung daneben geschossen hat. Die drei Kollegen sagen, weil sie so besoffen war. Das ist kein schöner Vorwurf. Richtig. Außerdem behauptet Sophia, die Kollegen hätten sie in dem Auto anschließend vergewaltigt. Scheiße dachte Henri. Das wollte sie mir wahrscheinlich auch unterjubeln. Was wurde daraus? Ihre Aussage steht gegen drei Aussagen. Du weißt, wie so etwas läuft. Der Rest? Holger Edler will Laval loswerden. Eine Win-Win-Situation. Mit mir und dem Team als Verlierer. Die Informationstafel ratterte. Verdammt! Rief Henri aus. Denn der Flug aus Moskau wurde als annulliert angeschlagen. Er rief die Gräfin an. Hast du etwas von Joyce gehört? Nein, lieber Henri, habe ich nicht. Danke der Nachfrage, es geht mir gut. Sorry. Könntest du mit mir nach Dortmund fahren? Die Bertinis sind dort. Ich tippe auch Susanna. Und zu dir scheint sie viel Vertrauen zu haben. Sie hält sich bestimmt versteckt und ich hoffe, dass wir sie schneller finden, wenn du dabei bist. Ich kann dich nur nicht mitnehmen, denn ich bin gerade bei einem Termin in Hagen und würde von hier aus losfahren. Gut. Dann nehme ich den Zug. Sagen wir um 19 Uhr in Dortmund? Ich werde da sein, sagte Annette. Henri klappte das Handy zu, atmete tief und sagte Ich fühle es. Heute passiert etwas. Es ist schon was passiert. Nämlich was? Sophia ist rückfällig geworden. Sie hat in dem Laden vorhin jede Menge Wodka gekauft. Henri lehnte sich an die Bar und blickte in die flimmernde Hitze hinter der Glasfassade des modernen Flughafens. Die deutschen Landebahnen schienen mit der Hitze besser klarzukommen, denn im Minutentakt starteten und landeten Flugzeuge. Das dröhnende Geräusch der Turbinen drang bis in die Wartehalle. Plötzlich tat Sophia ihm leid. Wenn sie ihren Beruf so sehr liebte wie er selbst, war sie in einem Dilemma. Du bist für sie sozusagen die Abkürzung in die Rehabilitation, bestätigte Bernd erbarmungslos Henri's Gedanken. Das bedeutet im Klartext, es kann nur einen geben, Sie oder mich? fragte Henri. Genau, sagte Bernd und rutschte von seinem Barhocker. Ich muss los, kann ich dich mitnehmen? Wenn du mich am Bahnhof absetzen könntest? Sie liefen schweigend nebeneinander durch die Halle. In Henri stürmten die Gedanken durcheinander. Er erinnerte sich, dass Amer gesagt hatte, Sophia habe Angst. Jetzt wusste er wovor, entdeckt zu werden. Das musste schlimm sein. Henri dachte, dass er nie verstehen würde, warum Menschen tranken, um sich zu betäuben. Für ihn entbehrten diese Menschen auch der Fähigkeit zu genießen. Sie erreichten das Parkhaus. Er folgte Bernd durch die Reihen. Plötzlich bremste der vor ihm ab und zeigte auf das Fenster des BMW, vor dem sie standen. Damit habe ich gerechnet. Sophia lag hingestreckt auf dem Fahrersitz, die fast leere Wodkaflasche in ihren Händen. Das Bild war so erbärmlich, dass Henri es kaum ertragen konnte. In einem Anfall von Fürsorge öffnete er die Wagentür. Heiße und von alkoholischer Süße geschwängerte Luft schlug ihm entgegen. Er öffnete das Autofenster, zog den Schlüssel von der Zündung, warf ihn auf den Beifahrersitz und drückte die Tür vorsichtig wieder zu. Fahren wir. Wo steht dein Auto? Auf dem Weg zum Bahnhof rief er zu Hause an. Hallo, Chris. Papa hier. Wie geht es? Gut. Kommst du zum Essen? Nein, deshalb rufe ich an. Könntet ihr. Schon erledigt. Wir essen bei Oma unten. Ähm, Philipp ist auch da. Ihr geht nicht allein ins Zimmer. Ihr bleibt bei Henriette. Ist das klar? Sicher, antwortete Christa so leicht hin, dass Henri wusste, sie würde es nicht tun. Was ist mit dem Auto? Alles erledigt. Er riss sich zusammen, um nicht zu fragen, wie sie es angestellt hatte. Und der Einkauf auf der Queue? Ich habe mit Ann telefoniert, wir machen das Samstag zusammen. Henri war wieder einmal verblüfft, wie gut die Strategie von Henriette funktionierte und wie selbstverständlich Christa überansprach. Gut, sagte er, bei mir wird es sicher spät. Und ich warne dich, Chris, Philipp bleibt unten bei Henriette. Klar. Wenn ich den Jungen oben bei dir erwische, schicke ich dich zurück zu Lisa. Schon gut. Christa legte auf. Henri steckte das Handy wieder ein. Ich kann die Verantwortung für die beiden einfach nicht übernehmen, sagte er nach einer Weile. Bernd bog auf den Parkplatz hinter dem Bahnhof. Henri, deine Tochter ist siebzehn Jahre alt. Das ist mir egal. Ich will nicht, dass die allein im Zimmer sind. Willst du bei ihrem ersten Beischlaf dabei sein, um sicherzustellen, dass der Junge auch alles richtig macht? Als ob du wahnsinnig viel Ahnung von Kindern hättest. Bernd konterte gut gelaunt. Nein, das ist es nicht. Aber trotzdem weiß ich, dass es pädagogisch nicht besonders wertvoll ist, damit zu drohen, dass sie zu ihrer Mutter zurück müssen. Henri legte die Hand an den Türgriff, aber Bernd hielt ihn zurück. Es klang vielleicht etwas hart vorhin. Sophia tut mir leid und auch wieder nicht, sagte er. Nur habe ich schon bei meinem Vater gelernt, dass Mitleid nicht hilfreich ist und dass Alkohol einen Menschen unberechenbar macht. Menschen unberechenbar macht. Um 19 Uhr trafen sich Henri und Annette wie geplant am Dortmunder Hauptbahnhof. Auf dem Weg zum Zirkus Bertini berichtete Henri der Gräfin von seinem Zusammenstoß mit Sophia und den Neuigkeiten, die Bernd gefunden hatte. Annette ergänzte seinen Bericht um ihre Erfahrungen. Sophia hat massive Angst vor kleinen geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel Aufzügen. Diese Panik kannst du nicht spielen. Ich habe die ganze Woche immer wieder gedacht, sie hat etwas Psychotisches. Sie bettelt um Anerkennung, dann wieder ist sie aggressiv und herrisch. Und wenn sie Sex erwähnt, dann nur abfällig. Henri, ich glaube, Sophia ist wirklich gefährlich, nicht nur wegen des Alkohols. Sie hat vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit. Und es kann sein, dass sie deshalb trinkt. Die letzten Gäste strömten gerade in die verschiedenen Eingänge des blau-weiß gestreiften Zirkuszeltes. Da weder Henri noch die Gräfin eine Polizeimarke bei sich trugen, kauften sie zwei Karten, und zwar die teuersten, um möglichst dicht an der Arena zu sitzen. Henri hätte sich gern seinen kindlichen Gefühlen überlassen, die ihn stets überkamen, wenn er die bunten Zelte und die Kostüme der Artisten sah, die Gerüche wahrnahm und die Geräusche der wilden Tiere hörte. Der Zirkus Bertini gehört zu den Reichsten, hatte Walter ihm gesagt, er war in Dortmund nur eingesprungen für den Zirkus Knie, der einer Grippewelle in Frankfurt zum Opfer gefallen war. Das machte Henri so sicher, dass Susanna hier war. Denn ursprünglich wäre Bertini nur durchgereist auf dem Weg in den Norden. Dänemark, Finnland und Schweden standen auf dem Programm. Annette ging zu ihrem Platz und Henri wartete am Eingang der Artisten auf den Direktor, der zweifelsohne kommen würde, um das spärliche Publikum als Erster zu begrüßen. Als plötzlich ein kleiner, drahtiger Mann auf Riesenstelzen an ihm vorbeischoss, brüllte Henri so kategorisch, Halt!, dass Direktor Bertini fast das Gleichgewicht verlor. Sind Sie des Wahnsinns, guter Mann? Wer hat Sie überhaupt an diesen Eingang gelassen? Gleichzeitig packten ihn zwei Kostümierte und wollten ihn forttragen. Ich suche Susanna. Kennen wir nicht, rief der Direktor von oben auf ihn herunter. Und jetzt verschwinden Sie. Er ging ein paar Schritte auf den Stelzen rückwärts, um erneut Schwung zu holen. Ich bin ein Freund. Sagen Sie ihr bitte, dass Annette Graf und Henri Laval da sind und in der Loge 7, Platz 1 und 2 auf sie warten. Wenn Susanna uns nicht sehen will, gehen wir am Ende der Vorstellung, als wäre nichts gewesen. Direktor Bertini tippelte ein wenig hin und her, heftete seine dunklen Augen auf Laval's Gesicht, nickte fast unmerklich und lief mit Riesenschritten in die Manege. Henri versucht, weiter nach Susanna zu suchen, aber die zwei Kostümierten geleiteten ihn unmissverständlich zu seinem Platz. Meinst du, wir erkennen sie? flüsterte Annette. Nein, sie wird das sein, womit wir am wenigsten rechnen. Mit voller Konzentration verfolgten sie jede einzelne Nummer, suchten an der Haltung, den Augen, den Gesten der einzelnen Artisten etwas, das ihnen von Susanna vertraut war, und fanden nichts. Während der Umbauten gab es ein Clownduo, das mit viel Geschick die sogenannte Reprise führte. Besonders die Kinderherzen hatten an den beiden viel Freude, die sich letztlich nur um Topf und Löffel stritten. Als die Pferdenummer kam, hielten Annette und Henri die Luft an, denn eine Frau mit langen blonden Haaren ritt und zeigte die ungarische Post in einem bedrohlichen Tempo. Der Sand, von den trommelnden Pferdefüßen aufgewirbelt, flog in die Logen. Erst als die beherzte Reiterin zum zehnten Mal an ihnen vorbeipreschte, waren sie davon überzeugt, dass es nicht Susanna war. Wieder kam das Clown-Duo, um den Zuschauern die Umbauzeit für den Seiltanz, bei dem Henri Susanna am ehesten vermutete, zu verkürzen. Endlich hatte einer der beiden Clowns vom anderen den Topf ergattert und rannte stolpernd durch die Manege unter dem Gelächter der Kinder. Der Clown rannte so schnell auf Henri und Annette zu, dass sie beide zurückwichen. Vor ihnen fiel er hin und klammerte sich an die Balustrade. Als er hochschaute und kurz lächelte, erkannte Henri sie. Susanna stand tölpelhaft auf, flüsterte Nach der Vorstellung bei den Elefanten. Auf keinen Fall vorher. und rannte ihre Mitstreiter durch die Manege davon, mit dem Löffel auf den Topf schlagend. Henri war unendlich erleichtert, denn er war sich nicht sicher gewesen, ob sie Susanna lebend wiedersehen würden. Er musste einfach wissen, warum Joyce ihm ausgerechnet diese Botschaft hatte zukommen lassen. Die Seilnummer war so atemberaubend, dass Henri begriff, warum Susa Bertini den Zuschlag für den Auftritt auf dem Burgplatz bekommen hatte. Laut Walter war Susa in Fachkreisen bekannt für ihre spektakulären Künste auf dem Seil. Die Artisten tanzten Ballett, machten zwei und dreifache Salto's, als gelte es nicht, am Ende wieder auf dem schmalen Draht zu landen. Ihre Souveränität wurde dadurch unterstrichen, dass die vier Frauen und zwei Männer die ganze Zeit über mit dem Publikum schäkerten, als sei ihr Auftritt nebensächlich. Und doch, kam es Henri in den Sinn, ist es ihr Leben. Ein Leben, das für Susa Bertini zu Ende ist. Kurz vor dem Ende der Seilnummer hörte Henri hinter sich jemanden aufstehen, aber er war so gefesselt, dass er sich nicht umdrehte. In der Pause schlenderten sie durch die Menagerien, kauften Popcorn und versuchten einen Moment den Mordfall zu vergessen. Bist du eigentlich neu verliebt? fragte Henri rundheraus. Annette rieb sich den Zucker des Popcorns von den Fingern. Kann sein, ja, irgendwie schon. Kenne ich ihn? Nein. Keine Polizei, kein Arzt, keine Kriminologie. Sondern Musiker, Symphoniker, erste Geige. Henri grinste und sagte, Es steht dir gut. Die Gräfin wechselte das Thema. Henri, ich bin vorhin die restlichen Unterlagen von Dr. Himmel durchgegangen. Ich muss zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe, denn nachdem ich die Akten von Amer und Thomas komplett studiert hatte, habe ich die restlichen nur durchgeblättert, in der Annahme, sie würden alle das Gleiche enthalten. Henri kaufte von einem Clown, der mit einem Bauchladen herumlief, zwei Becher Kaffee, und reichte einen der Gräfin. Olga wurde zweimal untersucht. Ich kann nicht so ganz ausmachen, warum und nach welchem Kriterium. Sie hat die Blutgruppe null, alle ihre Werte waren in Ordnung. Diese Untersuchung erfolgte wie bei allen anderen Anfang Mai, als das Programm startete. Eine Gruppe von Kindern jeden Alters, gekleidet in die Farben des Zirkus, rannte durch die herumstehenden Menschen und rief, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten. Hier und da blieben sie stehen, machten einen Handstand und tanzten auf den Händen, jonglierten und sausten wieder los. Noch vier Minuten, noch vier Minuten. Als das Geschrei an ihnen vorüber war, nahm die Gräfin das Thema wieder auf. Olgas Blut wurde beim zweiten Mal auf Zucker- und Gewebemerkmale, die HLA, untersucht. Kannst du mir bitte übersetzen, was das zu bedeuten hat? Es gibt weltweit etwa 50 Millionen unterschiedliche HLA-Typen. Bei der Stammzelltransplantation spielt die Übereinstimmung der HLA-Merkmale zwischen Patienten und potenziellen Spender eine entscheidende Rolle, weil du das gesamte Immunsystem des Spenders überträgst. Bei Transplantationen ist es nicht ganz so streng, aber nicht weniger trivial. Gibt es keine anderen Gründe, die Gewebemerkmale zu untersuchen? Nein, Entweder brauchte Olga eine Transplantation oder sie wollte spenden. Die Kinder rannten wieder an ihnen vorbei und verkündeten das Ende der Pause. Gehorsam schoben sich die Zuschauer Richtung Zirkuszelt. Susanna trat nach der Raubtiernummer ein weiteres Mal auf. Henri war fasziniert von ihrem Können und ihrer Fähigkeit, sich zu verwandeln. Hätte sie sich nicht zu erkennen gegeben, sie wäre nicht gefunden worden. Ihr Mitstreiter versuchte vergebens, Susanna zum Mitspielen zu bewegen, aber sie schlief immer wieder ein. Am Ende schenkte er ihr sogar den Topf und den Löffel. Nichts zu machen. Die Kinder im Publikum litten mit ihm, als er Susanna mit traurigem Gesicht aus der Manege trug. Es folgten eine Trapez und dann eine Hundenummer. Als die Umbauarbeiten für das Todesrad erfolgten, trat in der Reprise der Clown allein auf. Henri schaute sich nervös um. Am liebsten wäre er sofort aufgesprungen, um Susanna zu suchen, aber sie hatte gesagt auf keinen Fall vor dem Ende der Veranstaltung. Der Clown spielte so gekonnt, dass er seinen Kumpel suchte, dass Henri sich schließlich überzeugen ließ, es gehöre zum Gesamtablauf. Die Jungen, die innen und besonders die, die außen auf den Todesrädern liefen, jagten Henri und Annette das Adrenalin durch die Adern. Da vibrierte Henris Handy in der Tasche. Es war eine SMS von Berns Computer. Himmels Konto geknackt. Hat regelmäßig Geld auf Konto in Hongkong überwiesen. Teils von Deutschland, teils aus Luxemburg. An Hongkong komme ich nicht dran. Wenn richtig gerechnet, liegen dort um die 300.000 Euro. Gruß B. Henri hielt der Gräfin sein Handy hin, signalisierte ihr, dass er nach draußen musste und schlich geduckt durch die Reihen. Kaum stand er vor dem Zelt, wählte er Bernds Nummer. Stolze Summe, was, Chef? sagte der zur Begrüßung. Dr. Himmel hat angeblich vor einiger Zeit eine Erbschaft gemacht. Bernd räusperte sich. Hübsche Tarnung hat er nicht. Er kommt zwar aus gehobenen Kreisen, nur haben die hin und wieder die Eigenschaft, wie alle anderen zu verarmen. Ich werde daraus nicht schlau. Wir müssen ihn observieren. Gute Idee. Sagt bestimmt jeder sofort Ja. Der suspendierte Kommissar will einen nicht wirklich tatverdächtigen observieren lassen, während in der Altstadt die Polizei alle Hände voll hat mit Fußballfans. Super. Dann mache ich's eben selbst. Leihst du mir dein Auto? Klar, ruf mich an, wenn ihr wieder in Düsseldorf seid. Bernd, nur mal so, falls du Zeit hast, kannst du Himmels Telefonanschluss prüfen lassen. Vielleicht hat der auch den Taxifahrer Mühlensieben angerufen. Mehr Verstöße als einen erlaube ich mir pro Tag eigentlich nicht. Aber für dich mache ich gern eine Ausnahme. Manchmal fragte Henri sich, wie Bernd es schaffte, egal welches Chaos herrschte, egal welche Uhrzeit, egal welches Wetter, seine gute Laune zu erhalten. Henri wartete draußen auf die Gräfin, die offenbar Schwierigkeiten hatte, sich einen Weg nach draußen zu bahnen. Er rauchte hektisch eine Zigarette. Und als auch die letzten Besucher den Zirkusvorplatz erreichten, wusste er, dass etwas passiert war, und rannte wieder hinein. Der Partnerclown, halb abgeschminkt, kam auf ihn zugerannt. »Sind Sie Laval? Kommen Sie schnell!« rief er, drehte um und stürmte in die entgegengesetzte Richtung davon. Henri hatte Mühe, hinter ihm zu bleiben. Sie liefen an den Raubtierwagen vorbei, dem Elefantenstall, den Pferden. Als er die beiden Stufen in den nostalgischen Zirkuswagen hochsprang, hörte er von weitem die Sirene eines Krankenwagens. Susanna lag auf dem schmalen Bett in ihrem Kostüm aus schwarzem Satin, an dem überall bunte Troddeln angenäht waren. Annette hatte ihr die Mütze abgenommen, so dass Susannas Haar zu allen Seiten floss. Die Gräfin schüttelte sie, versuchte sie wieder wach zu bekommen und fühlte immer wieder ihren Puls. Sie hat kaum noch. Annette brach ab. Sie fühlte sich verantwortlich für diese Frau, die ihre Hilfe gebraucht, deren Worte sie nicht ernst genug genommen hatte und die ihr jetzt unter den Händen wegstarb. Henri hörte den Krankenwagen vorfahren. Wo? rief ein Arzt, und dann ging alles sehr schnell. Die Sanitäter kamen in den Wagen, hoben Susanne auf die Liege und trugen sie hinaus. Annette rannte hinter dem Arzt her, wies sich aus und sagte Bitte, Sie müssen sie auf Kaliumvergiftung behandeln. Bradikardie. Das müssen wir prüfen, wies der Arzt die Gräfin zurück. Tun Sie das bitte nicht, Sie verlieren wertvolle Zeit. Sie stirbt, wenn sie nicht sofort behandelt wird. Machen Sie eine Magenspülung und geben Sie ihr Infusionen mit Natriumhydrogencarbonat. Wir tun, was wir können und für richtig halten. Der Arzt wollte gerade die Tür schließen, als Annette ihm ihre Visitenkarte reichte. Bitte rufen Sie mich an. Susanna hat sonst keinen. Er nickte und der Krankenwagen fuhr mit Blaulicht davon. Henri wollte Annette in den Arm nehmen, aber sie wehrte ihn ab. Lass mich bitte einen Moment allein. Es geht gleich wieder. Während er ihr nachsah, rief er bei der Dortmunder Polizei an und erläuterte ihnen die Lage. Sie machten sich sofort auf den Weg. Henri klingelte wieder bei Bernd durch. Ja, Chef, was erzählt Susanna? Nachdem er sich Henri's Bericht angehört hatte, sagte er. Was für eine Scheiße! Soll ich kommen? Nein, aber ich will, dass du sofort zu diesem Doktor Himmel fährst und ihn observierst. Das hätte ich als nächstes vorgeschlagen. Ich habe bisher nur die eingegangenen Anrufe des Kollegen Himmel. Einer hat mich besonders stutzig gemacht. Der kam heute Nachmittag aus einer Dortmunder Telefonzelle. Und zwar in der Zeit, als du beim Doc warst. Hat er telefoniert? Ja, sagte Henri resigniert. Jemand wollte Geld von ihm. Er hat die Person geduzt. Bernd, ich fürchte, das war Susanna, die ihn angerufen hat. Lass alles stehen und liegen und observiere ihn. Ich komme, sobald ich kann. In der Zwischenzeit waren die Dortmunder Kollegen eingetroffen, und Henri erläuterte ihnen die Lage. Er selbst befragte Susannas Konterpart, doch der hatte nichts gesehen, niemanden bemerkt. Der kleine, drahtige Zirkusdirektor, der ohne Stelzen 30 Zentimeter kleiner war als Henri, ließ ihn spüren, dass er Henri und Annette verantwortlich machte für das Unglück. Er hatte keinen Zweifel, dass den beiden jemand gefolgt war. Henri stand vor dem Zirkuszelt. Es war halb elf und die Dämmerung tauchte den Zirkus, die herumlaufenden Menschen, die Polizisten in Uniform, die spielenden Kinder in ein unwirkliches Licht. Er wusste, dass er dem Zirkus und der Welt der Artisten nie wieder mit der kindlichen Naivität begegnen würde, wie bis vor wenigen Tagen. Fährst du? fragte Annette, die neben ihn getreten war und ihm den Autoschlüssel hinhielt. Henri nahm den Schlüssel, legte der Gräfin den Arm um die Schulter und ging schweigend mit ihr zum Auto. Er drehte das Radio aus, denn die enthusiastischen Stimmen zu den Fußballspielen dieses Abends passten nicht zu ihren düsteren Gedanken. Seine Augen gewöhnten sich nur langsam an die getönten Scheiben des Wagens. Als sie die Autobahn erreicht hatten, sagte Annette in die Stille hinein, Wenn Susanna stirbt, verzeih ich mir das nie. Das ist doch Unsinn. Ihr Kollege hat gesagt, sie habe in der Pause Tee getrunken und sei dann einfach eingeschlafen. Er hat Susanna in den Wagen gebracht, wo er sie alleine ließ und sie sich gegen eine Injektion mit Kalium gar nicht mehr wehren konnte. Vielleicht bin ich tatsächlich besser bei den Toten aufgehoben. Henri überholte zwei Lkw und scherte dann wieder ein. Es ist diese verdammte Disziplin der Artisten und ihre Fähigkeit, sich in Sekunden schneller auf eine neue Situation einzustellen, sagte er. Jeder Normalsterbliche hätte sofort einen Arzt gerufen, anstatt weiterzuarbeiten. Wie meinst du das? fragte die Gräfin. Weil Artisten einfach so sind. Man lässt keine Show platzen, nur weil es einem körperlich nicht gut geht. Nein, man lässt auch keine Show platzen, wenn es einem richtig beschissen geht. Es muss dich doch stutzig machen, wenn dein Partner einfach so einpennt. Woanders hätte man sofort einen Arzt geholt. Artisten nicht. Henri schlug vor Wut auf das Lenkrad. Weißt du was? Wir trinken bei Henriette einen Kaffee. Dann bring ich dich nach Hause und fahre zu Bernd in die Andreasstraße. Henri nahm ihr Schweigen als Zustimmung und informierte seine Mitbewohnerin über ihre Ankunft. Das tat er auch, weil er wusste, dass Henriette es schaffen würde, Annette aus diesem Loch zu holen, und weil er Christa Zeit geben wollte, Philipp vor die Tür zu kehren. Sophia war lange in der Karlstadt herumgefahren, jetzt endlich hatte sie einen Parkplatz gefunden, der es ihr erlaubte, die Eingangstür zu Henris Haus im Blick zu behalten. Vor einer halben Stunde hatte sie seine Tochter angerufen, Deshalb wusste sie, dass er nicht zu Hause war. Er war mit der Gräfin unterwegs. Ihre in Deutschland nicht registrierte Browning, ein Geschenk der Kollegen, mit denen sie in San Quentin zusammengearbeitet hatte, lag neben ihr auf dem Beifahrersitz unter einer Zeitung, die versprach, die besten Golfplätze der Welt gefunden zu haben. Sophia trank in homöopathischen Dosen den Wodka aus der Colaflasche. Sie lächelte und dachte, das ist der Vorteil eines trainierten Trinkers. Ich weiß genau, wie viel Alkohol ich brauche, um keine Hemmungen mehr zu haben, aber trotzdem noch sicher Auto fahren zu können. Sophia hatte so geparkt, dass sie direkt in eine Stichstraße der Hohe Straße abbiegen konnte, ohne an Henri's Haus vorbeizumüssen. Und ich weiß auch, dachte sie mit einem bitteren Lächeln, wie viel man trinken darf, um noch genau zielen zu können. In den Alpen hatte sie zu viel Intus gehabt. Und den Typen trotz ihrer Scharfschützenausbildung nicht getroffen. Holger Edler hatte sie am frühen Abend angerufen und gefragt, wann er denn mit dem Rücktritt des Franzosen rechnen könne. Bald, hatte sie knapp geantwortet. Vielleicht schon nächste Woche. Ganz wunderbar, hatte er gesagt. Napoleon sind wir schließlich auch wieder losgeworden. Sophia trank einen kleinen Schluck, Streckte ihre rechte Hand unter die Zeitung und fühlte das trotz der Sommerhitze kühle Metall der geladenen und entsicherten Pistole. Sie setzte sich so zurecht, dass sie im Rückspiegel die gesamte Straße hinter sich im Blick hatte. Sie waren schon ganz in der Nähe von Henri's Wohnung, als Annettes Handy klingelte. Frau Dr. Graf? Ja, das bin ich. Dr. Frank Müller hier. Sie hatten recht mit ihrer Diagnose. Und? fragte Annette atemlos. Es war trotzdem zu spät. Sie ist noch einmal ganz kurz wach geworden, hat nach Ihnen gefragt und immer wieder den Namen von Dr. Himmel gemurmelt. Annette schwieg einen Moment und wischte sich die Tränen von den Wangen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Leiche zu mir in die Düsseldorfer Gerichtsmedizin gebracht wird. Das kann ich nicht veranlassen. Und ob Sie das können. Wenn nötig, klingele ich jetzt Ihren und meinen Polizeipräsidenten aus dem Bett, damit Sie diese Arbeitsanweisung von denen persönlich erhalten. Ich kümmere mich um die Dortmunder Gerichtsmedizin. Angelika Becker und Helge von Barne sind ehemalige Studienkollegen von mir. Ich verspreche Ihnen, dass die nichts dagegen haben. Ist das jetzt klar genug? Wer übernimmt die Kosten? Sie haben echt Nerven, Müller. Da liegt eine Mordleiche vor Ihnen, und Sie sorgen sich um die Kosten? wenn die Leiche nicht in zwei Stunden auf meinem Sektionstisch liegt, werde ich Ihnen eine Rechnung über die Kosten durch Verschleppung von Ermittlungen schicken. Dann beendete sie das Gespräch. Henri musste trotz der dramatischen Situation oder vielleicht gerade deshalb lachen. <laughs> Mit dir ist auch nicht immer gut Kirschen teilen, oder? Essen. Wie bitte? Das Sprichwort heißt nicht gut Kirschen essen. Susanne hat uns den Täter genannt. Sie hat nach mir gefragt und immer wieder Himmelsnamen gemurmelt, bevor sie starb. Bitte fahr mich sofort in die Gerichtsmedizin. Unsinn. So schnell sind die von Dortmund nicht hier. Henriette freut sich, dass wir kommen und hat bestimmt schon Kaffee gemacht. Er schielte auf die Uhr im Auto. Es war kurz nach Mitternacht. Der fast volle Mond hing schwer und träge über Düsseldorf, und Henri wusste, dass er wieder eine lange Nacht vor sich hatte, genauso wie Annette. Bist du dir sicher, dass du die Richtige bist für die Obduktion? Ja, Henri. Das bin ich ihr schuldig. Sie wischte wieder ein paar Tränen weg. Ich weiß nicht, warum mir Susannas Tod so nahe geht. Er legte mitfühlend seine Hand auf ihre. Vielleicht, weil sie so etwas Zauberhaftes hatte. Und man glaubt, Feen sterben einfach nicht. Sie hatten die hohe Straße erreicht und Henri fuhr langsam auf der Suche nach einem Parkplatz denn die Straße war zu schmal für das Parken in der zweiten Reihe. Sophia erkannte im Rückspiegel das Auto der Gräfin. Aha, murmelte sie vor sich hin. Er lässt sich von der Prinzessin nach Hause fahren. Sehr günstig. Sie startete ihren Wagen, schaltete die Klimaanlage aus, nahm die Browning in ihre rechte Hand und legte sie auf den linken Arm, der im offenen Fenster ruhte. Ein kurzer Blick genügte ihr, um sicher zu sein, dass sie allein auf der Straße waren. Henri entdeckte einen Parkplatz direkt vor der Haustür. Die Gräfin öffnete langsam die Beifahrertür. Er hörte ein merkwürdiges Geräusch, spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach und wollte gerade Annette fragen, ob sie es auch gehört hatte, als seine Beifahrerin leblos auf die Straße sank. Ein animalischer Laut drang aus Henris Kehle. Er brüllte nach Henriette und versuchte, Annette in eine stabile Lage zu bringen. Seine Ex-Schwiegermutter riss ihr Küchenfenster auf, sah Henri auf der Straße knien und rief einen Krankenwagen, dann lief sie mit einer Decke hinaus. Als sie auf der Straße ankam, hörte sie zu ihrer Erleichterung die beiden hinter dem Auto kichern. Offenbar eine Übersprungsreaktion infolge des Schocks. Henri band Annette gerade den Arm ab. Die Kugel war, dank der Tatsache, dass Annette die Autotür nach dem Öffnen noch mal ein klein wenig zugezogen hatte, abgelenkt worden, weshalb sie nicht Annetts Oberkörper getroffen hatte, sondern nur den Arm. Die Kugel steckte in der Karosserie. Der Krankenwagen kommt, aber ist das nötig? fragte Henriette erleichtert. Zum Glück ist nur mein rechter Arm getroffen, aber eine Arterie ist verletzt, ich verliere viel Blut. Mein Gott, Annette. Schon gut, Henri zu ihrer eigenen Verwunderung hob sie den Kopf und küsste ihn auf den Mund. Nachdem der Krankenwagen Annette mitgenommen hatte, weckte Henri Zorro und bat ihn zu kommen. Als sie kurze Zeit später bei Henriette in der Wohnküche saßen, berichtete Henri in Kurzform von den letzten Stunden. Kein Problem. Ich setze mich mit der Kriminaltechnik in Dortmund in Verbindung, sagte Zorro. Meine Jungs rücken auch gleich an für die Spurensicherung. Willst du nicht Sophia anrufen? Nein, sagte Henri mit Nachdruck. Ganz bestimmt nicht. Von mir aus soll sie mir jetzt endlich ein Disziplinarverfahren anhängen, es ist mir scheißegal. Henriette stand am Herd und füllte für die beiden eine Thermoskanne mit frischem Kaffee. Henri dachte, wie schafft sie das nur, in solchen Momenten so die Ruhe zu bewahren, dass ihr so praktische Sachen mühelos einfallen? Ihr langer grauer Zopf war frisch geflochten, ein Zeichen für Henri, dass sie auf dem Weg ins Bett gewesen war, denn ihre bunten Turbane, die die grauen Haare sorgfältig verbargen, nahm sie nur zum Schlafen ab. Mach es ihr doch nicht so leicht. Immerhin ist Annette angeschossen worden. Ja, sagte Henri, ich weiß, aber der Schütze wollte mich treffen. Du hast niemanden gesehen? Nein, kein sich schließendes Fenster, kein Auto. Wie verhext. Ich hoffe, die Ballistik kann uns sagen, von wo der Schuss kam. Zorro nickte, leerte seine Tasse und stand auf. Ich höre draußen was, das sind meine Kollegen. Also, auf eine weitere lange Nacht. Henri? Ja, Henriette? Es wäre mir lieb, wenn du hier bleiben würdest. Der Schütze hat vielleicht gemerkt, dass er dich nicht getroffen hat. Keine Sorge, antwortete Henri und stand ebenfalls auf. Der hat sorgfältig geplant. Der läuft nicht einfach hinter mir her und ballert. Wächst du die Mädels morgen? Klar, gern. Henri sah die dunklen Schatten unter ihren Augen und fragte in der Tür stehend Bist du wirklich sicher, dass du uns gern im Haus hast? Ja. Was war das übrigens mit der Gräfin vorhin? Henri lächelte. Ihr entging wirklich nichts und sagte Ohne Bedeutung. Ausnahmesituationen führen manchmal zu Ausnahmehandlungen. Ich glaube, Annette war einfach nur unendlich froh, dass sie es überlebt hat. Außerdem ist sie frisch verliebt. Bis morgen. Henri wickte Zorro zu, der die Straße abgesperrt hatte und die ersten Scheinwerfer ausrichtete. Trotz der Unruhe, die er spürte, ging er zuerst an den Rhein. Die feiernden Fußballfans drangen mit ihrer Musik nicht zu ihm durch. Seine Welt im kalten Licht des Mondes war lautlos. Er spürte nur das Pochen seines Herzens. Selbst als er von Betrunkenen angerempelt wurde, reagierte er nicht. Erst als sein Handy klingelte, fand er den Weg zurück in die Außenwelt. Es war das Krankenhaus. Hallo, Herr Laval. Frau Dr. Graf bat uns, Sie zu informieren, dass es Ihr gut geht und Sie sich keine Sorgen machen müssen. Kann ich mit Ihr sprechen? Nein, Sie schläft. Wir haben Ihr etwas gegeben, denn Sie wollte in Ihre Gerichtsmedizin gefahren werden. Henri grinste wissend, bedankte sich für den Anruf und war wenige Minuten später bei Bernd in der Andreasstraße, der seit Stunden das Haus observierte, in dem Dr. Himmel seine Praxis hatte. Freitag, 23. Juni: Hier, Kaffee von Henriette. Während Bernd dankbar das heiße Getränk aus der mitgebrachten Thermoskanne schlürfte, lauschte erstaunend Henri's Bericht. In der Kneipe Annabelle herrschte Hochbetrieb. Alle Türen und Fenster des Lokals standen offen. »Bist du dir sicher, dass Himmel nicht herausgekommen ist?« vergewisserte sich Henri. »Zumindest niemand, auf den deine Beschreibung passt. Groß und Hager.« Stunde um Stunde starrten sie das uralte Haus an. Es brannte Licht in der Praxis, und manchmal bildete Henri sich ein, einen Schatten am Fenster zu erkennen. Bei Sonnenaufgang leerte sich die Straße. Joe Tönnes trug die Außentische hinein und schloss seine Kneipe, die um zehn Uhr schon wieder geöffnet sein würde. Henri fragte sich, wie der Wirt das schaffte, denn er sah immer gleich aus. Weitere Stunden verstrichen, ohne dass etwas passierte. Um zehn Uhr sagte Henri Verdammt, der muss doch mal herauskommen. Bernd, der sich ein Nickerchen erlaubt hatte, wachte auf und murmelte zum Saufen jedenfalls nicht. Wahrscheinlich hat er einen Schlauch direkt zur Zapfanlage. Ich laufe mal rüber zur Bäckerei da drüben und besorge uns Frühstück. Henri stieg mit ihm aus und lief ein paar Runden um das Auto. Überall in der Straße lagen Scherben von kaputten Bier, Wein und Sektflaschen. Ein paar Leute hatten es nicht nach Hause geschafft und schliefen in Hauseingängen oder auf Parkbänken. Henris Handy klingelte. Zorro? Also, was wir haben. Die Kugel stammt von einer amerikanischen Browning, die nicht registriert ist. Keine brauchbaren Reifenspuren. Die Kollegen haben bis jetzt keine Zeugen gefunden. Das ist nicht viel. Nein, aber ein riesiges Glück, dass unsere Gräfin das überlebt hat. Es wäre doch sehr einsam ohne sie geworden. Da hast du recht. Bis später. Bernd kam mit Kaffeebechern und Croissants zurück. Henri lächelte, denn wirklich jeder in Deutschland glaubte, ihm, dem Franzosen, eine besondere Freude mit Croissants zu machen. Und alle übersahen geflissentlich, dass das deutsche staubige Hörnchen nichts gemein hatte mit den in Butter ertränkten und trotzdem knusprigen Croissants, die ein guter Boulanger anbot. Er brachte es nie über sich etwas zu sagen, und so tunkte Henri auch jetzt das Gebäck so lange in seinen Kaffee, bis es essbar war. Wieder vibrierte sein Handy. Es war Walter. Morgen, was höre ich denn da über den Polizeifunk? Wollte dich jemand abfackeln? Schätze schon, sagte Henri mit vollem Mund. Ich habe Victor und Amer und auch die anderen Artisten befragt, keiner kennt diesen Taxifahrer Mühlensiepen. Glaubhaft? Denke schon. Könntest du mir für heute Abend einen Tisch besorgen? Walter verstand Henri's Anliegen. Du willst die Woche von vorne beginnen? Ein Versuch ist es wert. Es berührte Henri, wie genau Walter verstand, was in ihm vorging. Er suchte den Weg zurück in den Alltag. Geht klar, wird bestimmt nett, ist die Abschlussvorstellung. Bis heute Abend. Henri trank aus, zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich an das heiße Blech des Autos. Meinst du, dieser Gisolf, den wir letzten Donnerstag eingebuchtet haben, könnte es gewesen sein? Er war ziemlich wütend. Bernd zuckte mit den Schultern. Glaube ich eher nicht. Der ist längst über die Grenze. Auch wenn der sauer war, dass du ihn geschnappt hast, ist dem sein freies Leben wichtiger, als Rache an dir zu nehmen. Henri seufzte. Er wusste nicht weiter. Ich muss etwas übersehen oder völlig falsch gedeutet haben, dachte er. Eine Woche und kein Ergebnis. Sein Handy ließ den Hahnenschrei ertönen, eine SMS von Joyce. Erwarten dich in der Gerichtsmedizin. Annette und Joyce. Henri winkte einem Taxi und sagte zu Bernd Joyce und Annette sind in der Gerichtsmedizin. Ich komme später zurück und löse dich ab. Ungeduldig klingelte er an. Als die Tür sich mit einem Surren öffnete, hörte er das vertraute Miteinander von Joyce und Annette. Sie standen nebeneinander am Sektionstisch und erwarteten ihn. »Dir zuliebe bin ich heute Morgen in einen uralten russischen Flieger gestiegen.« Joyce kam mit ihren üblichen, lasziven Bewegungen auf ihn zu und hauchte ihm links und rechts einen Kuss auf die Wange. Es war, als ob Übernächtigung und Hitze Joyce nichts anhaben konnten. Sie sah frisch aus und roch gut. »Also, was habt ihr?« Annette, die den rechten Arm in einer Schlinge trug, ging einen Schritt zur Seite und gab damit den Blick auf Susannas schneeweißen Körper frei. Henri sah eine lange Narbe an der linken Seite, die sich in Richtung Rücken zog. Susanna sah so wunderbar und verzaubert aus, dass er sich nicht traute, die Leiche zu berühren. Ich schätze, der Erfinder von Schneewittchen hatte so eine Leiche als Vorbild, rutschte es Henri heraus, denn tatsächlich gab es einen Impuls in ihm, der ihm vorgaukelte, er könne Susanna wachküssen. Annette lächelte ihn traurig an, sie hatte seinen Gedanken erraten. Nein, das wird nicht gehen. Ihr wurde, dem Alter der Narbe nachzuschätzen, vor circa zwei Jahren eine Niere entnommen. Die Narbe ist nicht besonders gut verheilt. Annette strich mit ihrer behandschuhten linken Hand darüber. Du kannst innere Verwachsungen ertasten. Das wird ihr Schmerzen bereitet haben, weshalb sie sich so betont gerade gehalten hat. Und das ist vielleicht auch der Grund, aus dem sie nicht mehr als Akrobatin auftrat. Henri ging um den Tisch herum. Hast du sonst etwas gefunden? Nein, bis jetzt nicht. Ich denke, Dr. Himmel hat die Spritze in ihre Kopfhaut gesetzt, aber bei der Haarpracht muss ich tagelang mit dem Mikroskop arbeiten. Joyce kam zu ihnen. Du erinnerst dich vielleicht, dass Antonio Nunes auch eine Niere fehlte? fragte sie. Ja, aber von Geburt an. Richtig. Und das ist der Grund dafür, dass er seiner kleinen Schwester keine spenden konnte. Henri fühlte sich, als hätte ihm jemand vor den Kopf geschlagen. Also hat Susanna die Niere gespendet? Das nehme ich an, sagte die Gräfin. Jetzt fiel Henri wieder ein, dass Susanna überhaupt nicht gut auf Josefa zu sprechen gewesen war. Genau wie Olga, der ebenfalls eine Niere fehlte, und die an den Folgen der Operation gestorben ist. Wie du hier bei Susanna sehen kannst, wurden die Operationen nicht von Spezialisten durchgeführt, eher von Metzgern, die meinen, sie können alles. Olgas Niere sollte der kleinen Josefa das Leben retten, denn Susannas Niere hatte sie nach etwas mehr als einem Jahr abgestoßen. Damit war ihr Körper höchstwahrscheinlich gegen Gewebemerkmale sensibilisiert, die auch bei Susanna anzutreffen waren, erklärte Annette. In so einem Fall benötigst du eine Niere mit fast identischen Merkmalen, was im Bereich unter zwei Prozent liegt. »Oder eine ganz spezielle Blutreinigung, um auch eine Niere mit Gewebe- oder Blutgruppenmerkmalen zu akzeptieren, die deinen nicht entsprechen.« »Diese spezielle Form der Blutwäsche wird bisher nur in wenigen Krankenhäusern durchgeführt und ist kein Routineverfahren.« Joyce setzte sich auf eine leere Bahre und zwinkerte Henri zu. »Ja, und laut André war Olga für die kleine Josepha das, was man in Fachkreisen eine Full-House-Niere nennt,« wenn alle Merkmale zusammenpassen. Aber wer hat den Transport nach Spanien erledigt? Joyce lächelte traurig. Die wurde nicht transportiert. Zumindest ist sie nie in Spanien angekommen. Josefa wartet immer noch. Wo ist die Niere dann? Wir gehen davon aus, dass der gute Doktor Andreas Himmel sie meistbietend verkauft hat und wahrscheinlich schon vor der Entnahme den Käufer kannte. Denn er hat gedrängt, nicht wie geplant am Ende des Programms Olgas Niere zu entnehmen, sondern schon letzte Freitagnacht. Joyce schlug die Beine übereinander und massierte ihre Schläfen. Organhandel auf einem finanziell sehr hohen Niveau. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Doktor Himmel sich so finanziert hat. Was meinst du? Antonio hat die Artisten zur Blutentnahme zu ihm geschickt, angeblich weil er sich von ihrer Gesundheit überzeugen wollte, in Wirklichkeit wollte er nur ihre Blutgruppe und ihre Gewebemerkmale in Erfahrung bringen. Artisten sind gesunde, gut durchtrainierte Menschen, selten Alkohol, noch seltener Nikotin oder andere Drogen. Irgendein sehr reicher Mensch wird jetzt, dank Olgas Niere, wieder besser leben können. So alt wie ich, die Zahl zwei. Wie ein Kleidungsstück. Wer es nicht hat, will es unbedingt haben sagte Henri und wiederholte das Rätsel, das Olga ihrem Liebhaber Maurice aufgegeben hatte. Wie bitte? fragten Annette und Joyce gleichzeitig. Olga wollte sich von dem Geld die Zeit erkaufen, die sie brauchte, um eine neue Nummer aufzubauen. Maurice, ihr Liebhaber im Apollo, wollte unbedingt wissen, woher sie das Geld nimmt. Sie gab ihm dieses Rätsel auf. Die Niere war so alt wie sie. Sie besaß davon zwei, es ist wie ein Kleidungsstück, weil es nicht jedem passt, und wer keine hat, will unbedingt einer haben. Annette machte eine Kopfbewegung zu ihrem kleinen Büro, schloss die Tür hinter Henri und Joyce, schob das Kellerfenster auf und sagte: Du kannst gern hier rauchen. Henri runzelte die Stirn, während er sich eine Zigarette anzündete. Das bedeutet, Dr. Himmel hat. Er brach mitten im Satz ab und schlug mit der Hand auf den Schreibtisch, denn ihm fiel die Beschreibung ein, die er Bernd von Dr. Himmel gegeben hatte. Groß und hager. Wie Walter. Die Hockey Jungs haben gar nicht Walter gesehen am Freitagabend letzter Woche. Die haben Himmel gesehen. Groß und hager. Er rief Bernd an, der noch immer gegenüber von der Kneipe saß. Fordere Verstärkung an. Wir gehen rein. Ich erkläre dir alles, wenn ich da bin. »Äh, Durchsuchungsbeschluss?« »Zahl dem Kneipier 200 Euro, dann können wir rein. Bis gleich.« Henri schnippte die Zigarette aus dem Fenster. Himmel musste fast gleichzeitig Antonio loswerden, der ihm die Kohle wahrscheinlich schon gegeben hatte, und Olga operieren, bevor die von Nunez Tod erfuhr. Ich bin sicher, Himmel kannte Nunez Erdnussallergie. »Kommt ihr?« Auf dem Weg in die Andreasstraße erfuhr Henri von Joyce, wie sie Olga gefunden und untersucht hatten. Andrej war dabei gewesen und hatte bestätigt, dass Olga ihre Niere verkauft und dass der Taxifahrer Mühlensieben sie in der Nacht gefahren hatte. Erst zu Himmel, dann zum Künstlerhaus. Für Henri fügte sich allmählich das Puzzle zusammen. Mühlensieben war der Taxifahrer, den die Hockeyjungs gesehen hatten, der mit heißem Reifen vorfuhr und sich zum Ärger der anderen nicht in die Schlange einreihte. Aber warum hat Himmel den Taxifahrer umgebracht? fragte Joyce. Ich schätze, Mühlensiebten hat wie Susanna versucht, ein wenig von dem Geld zu bekommen. Damit hat er sein Haus in Himmelgeist finanziert, resümierte Henri. Erpressung? fragte Annette. Genau. Hat Olga ihr Geld für die Niere von Antonio bekommen? fragte Henri Joyce. Laut André nicht. Aber ob das stimmt, ist fraglich. Er behauptet, sie hätten deshalb Freitagabend Streit gehabt, weil die Operation vorverlegt wurde, und Antonio keine Anzahlung geleistet hatte. Außerdem muss es wenigstens einen Partner für Himmel geben. Keine Operation ohne Narkose oder Assistenten, sagte Annette. Ist es Zufall, dass der Taxifahrer in derselben Nacht starb, in der Olga und Andrej in den Zug stiegen? Einen Moment brach ihr Gespräch ab. Henri musste das Gehörte verdauen. Wer hatte Grund, sich an Mühlensieben zu rächen? Andrej aber der war in den Zug gestiegen, bevor der Taxifahrer starb. Ist André zu erreichen? Joyce reichte ihm die russische Visitenkarte. Henri wählte die Nummer und hatte nach wenigen Sekunden den Artisten in der Leitung. Es rauschte im Hintergrund. Henri sprach ihm sein Beileid aus, versprach, Dr. Himmel zur Rechenschaft zu ziehen und fragte: Als ihr aus dem Taxi gestiegen seid, wollte der Fahrer noch woanders hin? Oder ist jemand bei ihm eingestiegen? Das weiß ich nicht, bekam er zur Antwort. Ich hatte alle Hände voll zu tun, Olga auf den Bahnsteig zu bekommen. Resigniert verabschiedete Henri sich. Als sie in die Andreasstraße einbogen, fragte er Was ich nicht verstehe, ist, warum Josefa Nunes sich nicht auf legalem Weg eine neue Niere besorgt hat. Nicht nur für Staatenlose wie Susanna sondern auch für Sinti oder Roma wie Josefa Nunes ist es schwierig bis aussichtslos irgendwo auf eine Liste zu gelangen, die mit Eurotransplant, dem europäischen Organvermittler, verknüpft ist. Selbst wenn du auf einer Liste bist, heißt das noch lange nicht, dass du auch ein Spenderorgan bekommst, erklärte Joyce. Wie viel ist so ein Organ wert? fragte Henri, während Joyce einparkte. Eine Nierentransplantation kostet, wenn die Krankenkasse die Rechnung begleicht, um die 66.000 Euro. Nunez hätte Olga 30.000 Euro für ihre Niere gezahlt. Das entspricht in etwa dem Preis für ein Jahr Dialyse und dem, was auf dem europäischen Schwarzmarkt üblich ist, sagte Joyce und kletterte aus ihrem Porsche. Sie hatte wieder einmal mehr erstklassig recherchiert, stellte Henri fest und dachte, wie bitter, dass sie es nur deshalb getan hat, weil eine gewinnbringende Auflage dabei herauskommt. Bernd erwartete sie am Fuß der Treppe mit den Worten Der Wirt hat uns zwar auch für einen Hunderter reingelassen, weil Himmel ihm drei Mieten schuldig geblieben ist, aber das Vögelchen ist ausgeflogen, und zwar gründlich. Henri stürmte an Bernd vorbei, der erst einmal die Gräfin sanft in die Arme nahm, Bevor er ihm in die erste Etage folgte, wo Zorro bereits mit der vollständigen Mannschaft an der Arbeit war. Zack hat Himmel schon zur internationalen Fahndung ausgeschrieben, murmelte Zorro. Ansonsten wäre ich dankbar, wenn du dich anständig anziehst oder abhaust. Uh, sagte Henri. Was ist los? Zorro seufzte, drehte sich zu Henri um und reichte ihm ein paar Artikel über Organtransplantationen in China, die er im Internet ausfindig gemacht hatte. Übrigens hat mich meine Frau heute morgen vor die Tür gesetzt, sagte Zorro. Sie hat einen neuen, einen Versicherungsvertreter. Der geht morgen zum Neuen und kommt um 17 Uhr nach Hause. Alles klar? Tut mir leid, sagte Henri. Wenn du ein Zimmer brauchst, eines habe ich noch frei. Ich denke drüber nach. Und jetzt zisch ab. Henri ging mit Bernd wieder nach unten. In dem Artikel ging es um Lebensspenden in China, Besonders eine Klinik in der Nähe von Shanghai wurde genannt. Man bediente sich, laut dieses Artikels, bei Gefangenen aus Konzentrationslagern. Na, da will der gute Himmel wohl hin, sagte Bernd. Er bekommt günstig eine neue Leber und kann ein paar Jahre weiter seine Pillen schlucken und sich mit Operationen über Wasser halten, wenn sein Geld, das er nach Hongkong überwiesen hat, aufgebraucht ist. Es scheint da ja nicht so schlimm zu sein, wenn mal was daneben geht. Für Nachschub ist in China gesorgt. Hongkong und Shanghai also. Henri rief Zack an und diktierte ihr den Text für die internationale Fahndung nach Dr. Himmel. Henri sprach den Kneipier an, der so tat, als wäre er völlig überrascht von dem, was sich auf seiner ersten Etage abgespielt hatte. Sie müssen doch letzten Freitag irgendjemanden gesehen haben. Nein. Sie kennen die Altstadt und wissen, was hier Freitags oder Samstagnacht los ist. Dazu derzeit noch die Fußballfans. Henri gab auf, denn er wusste, es war für den Moment verloren. Die Altstadt glich unabhängig von Jahreszeit oder Wetter jedes Wochenende einem Volksfest. Er konnte es Joe Tönnes nicht vorwerfen. Henri trat hinaus in das grelle Sonnenlicht und sah Annette im Schatten auf den Stufen eines Hauseingangs sitzen. Er entschied, dass es Zeit war, die Gräfin wieder in ein Bett zu bringen. Wenig später setzte Bernd Henri und Annette vor dem Haus der Gräfin im Stadtteil Derendorf ab. Trinken wir noch einen Kaffee? Annettes Wohnung stand voller Pflanzen. Es roch nach Lilien und zwei Katzen kamen ihnen entgegen, sehr erfreut über die unerwartete Gesellschaft. Henri drängte Annette aufs Sofa und legte ihr trotz der Hitze eine Decke über die Beine, denn sie fror so sehr, dass sie zitterte. Willst du nicht lieber ins Krankenhaus? Du brauchst einen Arzt, sagte Henri besorgt. Ich bin Arzt. Als er mit dem Kaffee zurückkam, alles auf den kleinen Tisch neben dem roten Sofa gestellt und sich selbst neben Annettes Füße gesetzt hatte, bückte sie sich und holte aus ihrer Tasche eine in den typischen Plastiktaschen verpackte Pistole. Was ist das? fragte Henri irritiert. Eine amerikanische Browning. Toll. Und woher hast du so etwas? Sie seufzte. Von Sophia. Sie war kurz vor dir in der Gerichtsmedizin. Wie, bitte? Sophia wollte dich umlegen und hat nicht damit gerechnet, dass du fährst und ich auf dem Beifahrersitz bin. Dank deiner getönten Scheiben hat sie dich nicht erkannt, sagte Henri ungläubig. Ja, dann hat sie zu Hause den Polizeifunk angeschaltet und erfahren, dass sie mich erwischt hat. Henri lehnte sich zurück und schloss einen Moment die Augen. Es war ein komisches Gefühl zu wissen, dass eine ausgebildete Scharfschützin seinem Leben ein Ende hatte machen wollen. Wir hätten sie höchstwahrscheinlich nie verdächtigt. Nein, Henri, das hätten wir nicht. Sie wäre entkommen. Du tot und sie auf deinem Platz. Wo ist sie? Auf dem Weg nach Frankfurt. Sie hat sich gestellt, direkt nachdem sie bei mir war. Annette reichte ihm die Pistole und Henri machte sich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Einem spontanen Gedanken folgend bat er den Taxifahrer, ihn unter der Rheinkniebrücke abzusetzen. Während er auf das Apollo zulief, klingelte sein Handy. Laval hier? BKA. Internationale Fahndung Markus Schulz. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass die Zielperson Dr. Andreas Himmel vor zwei Stunden in Hongkong ausgecheckt hat, und zwar von einem Flug der Gesellschaft Emirates Air, der über Dubai ging. Super, dann haben Sie ihn ja. Freute Henri sich. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass wir ihn erwischen. Was erzählen Sie mir da? Hongkong ist so groß nicht. Herr Laval, mit dem nötigen Geld fahren Sie vom Flughafen aus nach Kowloon und brauchen ein bis zwei Stunden, um einen neuen Pass, eine neue Identität und, wenn Sie eitel sind, einen Professorentitel zu bekommen, alles inklusive. Das heißt, Sie werden nichts unternehmen, um einen Mörder zur Verantwortung zu ziehen? So ist das. Wir kennen uns mit Asien aus und wissen, wo wir sinnlos unsere ohnehin knappen Ressourcen verballern würden. Kann ich das schriftlich haben? Mitnichten. Einen schönen Tag, Herr Laval. Sie haben wie immer gute Arbeit geleistet. Wir haben Sie auf dem Schirm. Sollte Ihnen eines Tages der Sinn nach einer beruflichen Veränderung stehen, unsere Türen sind für Sie geöffnet. Es klackte. Sein Gesprächspartner hatte aufgelegt. Henri konnte die Wut in sich kaum bändigen. Wie aus dem Nichts standen plötzlich Victor und Amère neben ihm. "Er habt mich angelogen", sagte Henri aggressiv. "Wir wären sonst nie an das Geld gekommen, um es Olga zu geben", sagte Amère und klopfte Henri lachend auf die Schulter. "Das seid ihr jetzt auch nicht. Nein, du bist uns dazwischen gekommen." Wusstet ihr von Anfang an, dass Himmel Antonio umgebracht hat, damit er Olgas Niere woanders hin verkaufen kann? Nein, wir wussten nur von der Operation. Der Taxifahrer? insistierte Henri. Kennen wir gar nicht, behauptete Viktor und lächelte Henri Laval lausbübisch an. Der wusste nicht, ob er ihm glauben sollte. Jedenfalls ist Himmel jetzt entkommen mit dreifachem Mord, einmal fahrlässiger Tötung und Beteiligung an illegalem Organhandel. Mit neuem Namen auf dem Weg nach Shanghai oder sonst wo in China. Victor hakte sich bei Henri unter und sagte, »Sieh mal, Kommissar, ich fahre heute Abend nach Hause und dann reist unser Zirkus Richtung Osten. In einem halben Jahr, vielleicht etwas später, erreichen wir China und unsere Buschtrommeln laufen bereits.« Trinkst du einen Kaffee mit uns zum Abschied? Henri nickte und folgte ihnen an die Theke. Er hasste diesen Himmel. Vielmehr ärgerte ihn aber, dass er ihm entwischt war, und vor allem, dass er dem Pillenschlucker diese Verbrechen einfach nicht zugetraut hatte. Bin ich wütend genug, um hinzunehmen, dass die Artisten die Sache auf ihre eigene Weise lösen werden? fragte Henri sich, als er in seinem Kaffee rührte. Schließlich gelangte er zur Überzeugung, dass die Vorstellung dieser Himmel käme einfach davon noch viel schlimmer war. Er verabschiedete sich nach dem Kaffee von Amer und Victor, die bereits während der laufenden Vorstellung abreisen würden. Henri löste bei Maurice sein Versprechen ein, ihm Olgas Rätsel zu erklären, holte bei Walter die Karten ab, erledigte im Polizeipräsidium, was zu erledigen war, gab Zorro Sophias Tatwaffe und lud ihn ins Apollo ein. Henri saß um zehn nach sieben geduscht bei Henriette, die auch mit ins Apollo kommen würde und gönnte sich einen Pastis. Alberta und Christa waren damit beschäftigt, sich schön zu machen. Anne hatte ihr Flugzeug verpasst und würde erst um 22 Uhr landen. Also alles wie immer, sagte Henri und prostete der in goldene Tücher gehüllten Henriette mit seinem Pastis zu. Na ja, nicht ganz. Ankommt. Letzten Freitag hat sie abgesagt. Keine Sorge, der Freitagabend wird sich nicht wiederholen. Und positiv ist doch, dass zumindest zwei deiner Töchter mit An morgen zum Einkaufen verabredet sind. Hättest du das vor einer Woche für möglich gehalten? Christa kam herein und Henri stellte fest, dass Philipp einen guten Einfluss auf sie haben musste, denn das Piercing war verschwunden. Ich habe Mama Bescheid gesagt, dass wir morgen gegen zehn Uhr kommen, um die Sachen zu holen. Sie hat schon für uns gepackt. Das ist ja nett, antwortete Henri. Lisa kann ihre rebellischen Töchter offenbar nicht schnell genug loswerden, dachte er und fragte, was ist mit dem Auto? Können wir morgen früh bei Sixt am Flughafen abholen? Was ist es denn? Ein Porsche Cayenne. Henri hätte beinahe seinen Pastis über den Tisch gespuckt. Zum Umziehen? Die hatten keine Kombis mehr und der Typ meinte, in das Auto bekommen wir auch eine Menge rein. Henri fiel es schwer, die Augen offen zu halten. Er hatte die Show in dieser Woche schon zweimal gesehen und doch wieder nicht. Der Chinese Putian trat vor der Pause auf, weil auch er sich in der Nacht auf den Heimweg machen wollte. Würde auch er, fragte Henri sich, nach Himmel suchen? Walter, der ihm gegenüber saß, hatte vor der Vorstellung zu ihm gesagt: "Keine Sorge, Viktors Zirkus findet Himmel bestimmt, auch in China." Henri's Töchter blickten gebannt auf die Bühne. Zorro, der vor ihm saß, schlief schon, und Henriette tuschelte mit Walter. Henri staunte, daß Walter ihr das Durchgehen ließ und schmunzelte. Kaum einer konnte sich ihrem Charme entziehen. Nach der Pause trat Amer auf. Henri sah die Aufführung des Pantomimen mit völlig neuen Augen. Es war die einfache Geschichte über des Lebens bittere Süße. Trotzdem musste er an Olga denken und fragte sich, wer wohl ihre Niere bekommen hatte. In diesem Moment gelobte er, selbst danach zu suchen und wusste dabei schon, in welches Wespennest er stechen würde. Illegaler Organhandel. Ob der Typ vom BKA es ernst gemeint hatte? Henri musste herausfinden, wer Dr. Andreas Himmel bei den Operationen geholfen hatte. Die Gräfin hatte gesagt Zwei reichen. Einer für die Narkose, einer operiert, und wenn es gut läuft, brauchst du zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Aber nicht jetzt, dachte Henri. Ich werde morgen oder Montag damit beginnen. Jetzt ist die Stunde der Artisten. Sie hörten Kommissar Laval, die Stunde der Artisten von Stephanie Koch, gelesen von Gilles Caroli. holy